dritter Teil Vorrede Indem ich endlich diesen längst versprochenen dritten Teil meiner Gespräche mit Goethe abgeschlossen vor mir sehe, beglückt mich das freudige Gefühl überwundener großer Hindernisse. Mein Fall war sehr schwierig, er glich dem eines Schiffers, der nicht mit dem Winde segeln kann, der heute weht, sondern mit großer Geduld oft Wochen und Monate lang einen Fahrwind erwarten muß, wie er vor Jahren geweht hat. Als ich so glücklich war, die beiden ersten Teile zu schreiben, konnte ich gewissermaßen mit gutem Winde gehen, weil mir damals das frisch gesprochene Wort noch in den Ohren klang und der lebendige Verkehr mit jenem wunderbaren Mann mich in dem Element einer Begeisterung erhielt, wodurch ich mich zum Ziele getragen fühlte wie auf Flügeln. Jetzt aber, wo jene Stimme schon seit so vielen Jahren verstummt ist, und das Glück jener persönlichen Berührungen so weit hinter mir liegt, konnte ich diese nötige Begeisterung nur in solchen Stunden erlangen, wo es mir vergönnt war, in mein eigenes Innere zu gehen, und in ungestörter Vertiefung das Vergangene wieder zu frischen Farben zu beleben, wo es denn anfing, sich zu regen, und ich große Gedanken und große Charakterzüge vor mir liegen sah, gleich Gebirgen, Fernen zwar, aber deutlich und wie von der Sonne des wirklichen Tages beschienen. So kam mir denn die Begeisterung aus der Freude am Großen, das Einzelne des Ideenganges und mündlichen Ausdrucks ward wieder frisch, als ob ich es gestern erlebt hätte. Der lebendige Goethe war wieder da, ich hörte wieder den besonderen lieben Klang seiner Stimme, die mit keines anderen zu vergleichen. Ich sah ihn wieder abends im schwarzen Frack und Stern bei heller Erleuchtung seiner Zimmer in geselligem Kreise scherzen und lachen und heiteres Gespräch führen. Dann, andern Tags bei schönem Wetter, war er mit dem Wagen neben mir, im braunen Oberrock und blauer Tuchmütze, den hellgrauen Mantel über seine Knie gelegt. Seine Gesichtsfarbe braun gesund wie die frische Luft sein Gespräch geistreich in die freie Welt hinein das geräusch des wagens übertönend oder ich sah mich abends bei stillem kerzenlicht wieder in sein studierzimmer versetzt wo er im weißen flanellenen schlafrock am tische mir gegenüber saß milde wie die stimmung eines gut verlebten tages wir sprachen über große und gute dinge er kehrte das Edelste, was in seiner Natur lag, mir entgegen, mein Geist entzündete sich an dem seinigen. Es war zwischen uns die innigste Harmonie. Er reichte mir über den Tisch herüber seine Hand, die ich drückte, dann ergriff ich wohl ein neben mir stehendes gefülltes Glas, das ich, ohne etwas zu sagen, ihm zutrank, indem meine Blicke über den Wein hin in seinen Augen ruhten. So war ich ihm in voller Lebendigkeit wieder zugesellt, und seine Worte klangen wieder wie ehemals. Aber wie es auch sonst im Leben zu gehen pflegt, dass wir wohl eines geliebten Toten gedenken, doch bei dem Geräusch des fordernden Tages oft Wochen und Monate lang nur flüchtig, und dass die stillen Augenblicke einer solchen Vertiefung, wo wir ein vor uns dahingegangenes Geliebte, in der ganzen Frische des Lebens wieder zu besitzen, glauben, zu den seltenen, schönen Stunden gehören. So ging es mir auch mit Goethe. Es vergingen oft Monate, wo meine Seele durch Berührungen des täglichen Lebens hingenommen für ihn tot war, und er meinem Geiste mit keinem Worte zusprach. Und wiederum traten andere Wochen und Monate unfruchtbarer Stimmung ein, wo in meinem Gemüt nichts keimen und nichts blühen wollte. Solche nichtige Zeiten musste ich mit großer Geduld nutzlos vorübergehen lassen, denn das in solchen Zuständen Geschriebene wäre nichts wert gewesen. Ich musste vom guten Glück die Wiederkehr von Stunden erwarten, wo das Vergangene mir in voller Lebendigkeit gegenwärtig und mein Inneres an geistiger Kraft und sinnlichem Behagen auf einer Höhe stand, um zu Einkehr göttischer Gedanken und Empfindungen eine würdige Behausung zu sein. Denn ich hatte es mit einem Helden zu tun, den ich nicht durfte sinken lassen. In der ganzen Milde der Gesinnung, in der vollen Klarheit und Kraft des Geistes und in der gewohnten Würde einer hohen Persönlichkeit musste er erscheinen, um wahr zu sein. Und das war keineswegs etwas Geringes. Mein Verhältnis zu ihm war eigentümlicher Art und sehr zarter Natur, es war das des Schülers zum Meister, das des Sohnes zum Vater, das des Bildungsbedürftigen zum Bildungsreichen. Er zog mich in seine Kreise und ließ mich an den geistigen und leiblichen Genüssen eines höheren Daseins teilnehmen. Oft sah ich ihn nur alle acht Tage, wo ich ihn in den Abendstunden besuchte, oft auch jeden Tag, wo ich mittags mit ihm, bald in größerer Gesellschaft, bald Täter, zu Tisch zu sein, Glück hatte. Seine Unterhaltung war mannigfaltig wie seine Werke. Er war immer derselbige und immer ein anderer. Bald okkupierte ihn irgendeine große Idee, und seine Worte quollen reich und unerschöpflich. Sie glichen oft einem Garten im Frühling, wo alles in Blüte stand und man, von dem allgemeinen Glanz geblendet, nicht daran dachte, sich einen Strauß zu pflücken. Zu anderen Zeiten dagegen fand man ihn stumm und einsilbig, als lagerte ein Nebel auf seiner Seele. Ja, es konnten Tage kommen, wo es war, als wäre er voll eisiger Kälte und als striche ein scharfer Wind über Reif und Schneefelder und wiederum, wenn man ihn sah, war er wieder ein lachender Sommertag, wo alle Sänger des Waldes uns aus Büschen und Hecken entgegenjubeln, der Kuckuck durch blaue Lüfte ruft und der Bach durch blumige Auen rieselt, dann war es eine Lust, ihn zu hören, seine Nähe war dann beseligend und das Herz erweiterte sich bei seinen Worten. Winter und Sommer, Alter und Jugend schienen bei ihm im ewigen Kampf und Wechsel zu sein, doch war es an ihm, dem siebzig bis achtzigjährigen, wohl zu bewundern, dass die Jugend immer wieder oben auf war und jene angedeuteten Herbst und Wintertage zu seltenen Ausnahmen gehörten. Seine Selbstbeherrschung war groß, ja sie bildete eine hervorragende Eigentümlichkeit seines Wesens. Sie war eine Schwester jener hohen Besonnenheit, wodurch es ihm gelang, immer Herr seines Stoffes zu sein und seinen einzelnen Werken diejenige Kunstvollendung zu geben, die wir an ihn bewundern. Durch eben jene Eigenschaft aber ward er, so wie in manchen seiner Schriften, so auch in manchen seiner mündlichen Äußerungen, oft gebunden und voller Rücksicht. Sobald aber in glücklichen Momenten ein mächtigerer Dämon in ihm rege wurde und jene Selbstbeherrschung ihn verließ, dann ward sein Gespräch jugendlich frei dahinbrausend, gleich einem aus der Höhe herabkommenden Bergstrome. In solchen Augenblicken sagte er das Größte und Beste, was in seiner reichen Natur lag, und von solchen Augenblicken ist es wohl zu verstehen, wenn seine früheren Freunde über ihn geäußert, dass ein gesprochenes Wort besser sei als ein geschriebenes und gedrucktes. So sagte Marmontel von Diderot, dass wer diesen nur aus seinen Schriften gekannt, ihn nur halb gekannt, dass er aber sobald er bei mündlicher Unterhaltung lebhaft geworden, einzig und hinreißend gewesen. Darf ich nun hoffen, dass von jenen glücklichen Momenten in diesen Gesprächen manches festzuhalten mir gelungen, so mag es diesem Bande nicht weniger zugutekommen, dass darin an einigen Stellen eine doppelte Spiegelung von Goethes Persönlichkeit stattfindet, einmal nämlich gegen mich und dann gegen einen jungen Freund. Herr Sorey aus Genf, als freisinniger Republikaner zur Leitung der Erziehung seiner königlichen Hoheit, des Erbgroßherzogs, im Jahr 1822 nach Weimar berufen, hatte von gedachtem Jahre bis zu Goethes Tod zu ihm gleichfalls ein sehr nahes Verhältnis. Er war in Goethes Haus ein häufiger Tischgenosse, auch in seinen Abendgesellschaften ein oft und gern gesehener Gast. Außerdem boten seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse vielfache Berührungspunkte zu einem dauernden Umgange. Als gründlicher Mineraloge ordnete er Goethes Kristalle sowie seine Kenntnisse der Botanik ihn fähig machten, Goethes Metamorphose der Pflanze ins Französische zu übersetzen und dadurch jener wichtigen Schrift eine größere Verbreitung zu geben. Seine Stellung am Hofe ferner führte ihn gleichfalls oft in Goethes Nähe, indem er bald den prinzen zu ihm begleitete bald aufträge seiner königlichen hoheit des großherzogs und ihrer kaiserlichen hoheit der frau großherzogin ihm zu besuch bei goethe veranlassen konnte von solchen persönlichen Berührungen hat nun Herr Soré in seinen Tagebüchern häufig Notiz genommen und vor einigen Jahren die Güte gehabt, ein durchaus zusammengestelltes kleines Manuskript mir in dem Sinne zu übergeben, dass es mir gestattet sein sollte, daraus das Beste und Interessanteste in meinem dritten Band chronologisch zu verweben. Diese in französischer Sprache abgefassten Notizen waren bald ausführlich, bald aber nur flüchtig und lückenhaft, so wie die eiligen, oft sehr geschäftsreichen Tage des Verfassers es ihm hatten erlauben wollen. Da jedoch in dem ganzen Manuskript kein Gegenstand vorgekommen, der nicht zwischen Goethe und mir wiederholt und ausführlich wäre besprochen worden, so waren meine eigenen Tagebücher ganz geeignet, das von Sorey Geschriebene zu ergänzen, dort gelassene Lücken auszufüllen und das oft nur Angedeutete in hinlänglicher Entwicklung darzustellen. Alle Gespräche jedoch, bei denen das Manuskript von Zoré zugrunde liegt oder stark benutzt worden, wie es besonders in den beiden ersten Jahren der Fall, sind oben am Datum mit einem Sternchen bezeichnet, um sie von denen, die bloß von mir sind und welche bis auf weniges die Jahre 1824 bis 29 und einen großen Teil von 1830, 1831 und 32 ausmachen zu unterscheiden. Und so wüsste ich nun weiter nichts hinzuzufügen, als dass ich diesem lange und mit Liebe gehegten dritten Band dieselbe gute Aufnahme wünsche, wie sie in so reichlichem Maße den beiden ersten zuteil geworden. Weimar, den 21. Dezember 1847. 1822. Sonnabend, den 21. September 1822. Diesen Abend bei Goethe mit Hofrat Meyer die Unterhaltung drehte sich hauptsächlich um Mineralogie, Chemie und Physik. Die Phänomene der Polarisation des Lichts schienen ihn besonders zu interessieren. Er zeigte mir verschiedene Vorrichtungen, größtenteils nach seinen eigenen Angaben konstruiert, und äußerte den Wunsch, mit mir einige Experimente zu machen. Goethe ward im Laufe des Gesprächs immer freier und mitteilender, ich blieb länger als eine Stunde, und er sagte mir beim Abschied viel Gutes. Seine Gestalt ist noch schön zu nennen, seine Stirn und Augen sind besonders majestätisch, er ist groß und wohlgebaut und von so rüstigem Ansehen, dass man nicht wohl begreift, wie er sich schon seit Jahren hat für alt erklären können, um noch in Gesellschaft und an Hof zu gehen. Dienstag, den 24. September 1822. Den Abend bei Goethe zugebracht mit Meyer, Goethes Sohn, Frau von Goethe und seinem Arzt Hofrat Rehbein. Goethe war heute besonders lebhaft. Er zeigte mir prächtige Lithographien aus Stuttgart, etwas so Vollkommenes in dieser Art, wie ich noch nicht gesehen. Darauf sprachen wir über wissenschaftliche Dinge, besonders über die Fortschritte der Chemie. Das Jod und das Chlor beschäftigten Goethe vorzugsweise. Er sprach über diese Substanzen mit einem Erstaunen, als ob ihn die neuen Entdeckungen der Chemie ganz unvermutet überrascht hätten. Er ließ sich etwas Jod hereinbringen und verflüchtigte es vor unseren Augen an der Flamme einer Wachskerze, wobei er nicht verfehlte, uns den violetten Dunst bewundern zu lassen, als freudige Bestätigung eines Gesetzes seiner Theorie der Farben. Dienstag, den 1. Oktober 1822. Bei Goethe zu einer Abendgesellschaft. Ich fand unter den Anwesenden auch Herrn Kanzler von Müller, Präsidenten Päusser, Dr. Stefan Schütze und Regierungsrat Schmidt, welcher letztere einige Sonaten von Beethoven mit einer seltenen Vollkommenheit vortrug. Hohen Genuss gewährte mir auch die Unterhaltung Goethes und seiner Schwiegertochter, die jugendlich heiter mit einem liebenswürdigen Naturell unendlich viel Geist verbindet. Donnerstag, den 10. Oktober 1822. In einer Abendgesellschaft bei Goethe mit dem berühmten Blumenbach aus Göttingen. Blumenbach ist alt, aber von lebhaftem und heiterem Ausdruck. Er hat sich die ganze Beweglichkeit der Jugend zu bewahren gewusst. Sein Benehmen ist derart, dass man nicht denkt, dass man einen Gelehrten vor sich habe. Seine Herzlichkeit ist frei und froh, er macht keine Umstände und man ist bald mit ihm auf einem sehr bequemen Fuß. Seine Bekanntschaft war mir so interessant wie angenehm. Dienstag, den 5. November 1822. Abendgesellschaft bei Goethe. Unter den Anwesenden befand sich auch der Maler Kolbe. Man zeigte uns von ihm ein trefflich ausgeführtes großes Gemälde, eine Kopie der Venus von Tizian der Dresdner Galerie. Auch Herrn von Eschwege und den berühmten Hummel fand ich diesen Abend bei Goethe. Hummel improvisierte fast eine Stunde lang auf dem Piano mit einer Kraft und einem Talent, wovon es unmöglich ist, sich einen Begriff zu machen, wenn man ihn nicht gehört hat. Ich fand seine Unterhaltung einfach und natürlich und ihn selbst für einen Virtuosen von so großer Berühmtheit auffallend bescheiden. Dienstag, den 3. Dezember 1822. Bei Goethe in einer Abendgesellschaft die Herren Riemer, Kudrey, Meyer, Goethes Sohn und Frau von Goethe waren unter den Anwesenden. Die Studenten zu Jena sind in Aufstand begriffen. Man hat eine Kompanie Artillerie hingeschickt, um sie zu beruhigen. Rima las eine Sammlung von Liedern, die man ihnen verboten und die dadurch Anlass oder Vorwand der Revolte geworden. Alle diese Lieder erhielten beim Vorlesen entschiedenen Beifall. Besonders wegen des Talentes, das darin sichtbar. Goethe selbst fand sie gut und versprach sie mir zur ruhigen Durchsicht. Nachdem wir darauf eine Zeit lang Kupferstiche und kostbare Bücher betrachtet hatten, machte Goethe uns die Freude, das Gedicht Charon zu lesen. Die klare, deutliche und energische Art mußte ich bewundern, womit Goethe das Gedicht vortrug. Nie habe ich eine so schöne Deklamation gehört. Welches Feuer, welche Blicke und welche Stimme! Abwechselnd donnernd und dann wieder sanft und milde. Vielleicht entwickelte er an einigen Stellen zu viel Kraft für den kleinen Raum, in dem wir uns befanden, aber doch war in seinem Vortrag nichts, was man hätte hinwegwünschen mögen. Goethe sprach darauf über Literatur und seine Werke sowie über Frau von Stahl und Verwandtes. Er beschäftigte sich gegenwärtig mit der Übersetzung und Zusammenstellung der Fragmente von Phaeton des Euripides. Er hat diese Arbeit bereits vor einem Jahr angefangen und in diesen Tagen wieder vorgenommen. Donnerstag, den 5. Dezember 1822. Diesen Abend bei Goethe hörte ich die Probe des ersten Akts einer im Entstehen begriffenen Oper, der Graf von Gleichen von Eberwein. Seit Goethe die Direktion des Theaters niedergelegt, sei dies das erste Mal, sagte man mir, dass er ein so großes Personal der Oper bei sich sehe. Herr Eberwein dirigierte den Gesang. Bei den Chören assistierten auch einige Damen aus der Bekanntschaft Goethes, während die Solopartien durch Mitglieder der Oper gesungen wurden. Einige Stücke erschienen mir sehr merkwürdig, besonders ein Kanon zu vier Stimmen. Dienstag, den 17. Dezember 1822. Abends bei Goethe. Er war sehr heiter und behandelte das Thema, dass die Torheiten der Väter für ihre Kinder verloren seien, mit vielem Geist. Die Nachsuchungen, die man jetzt zur Entdeckung von Salzquellen anstellt, interessierten ihn sichtbar. Er schalt auf die Dummheit gewisser Unternehmer, welche die äußeren Spuren und die Lage und Folge der Schichten, unter denen Steinsalz liegt, und durch die der Bohrer gehen muss, ganz außer Acht lassen, und die, ohne den rechten Fleck zu wissen und zu finden, immer ein einziges Bohrloch an einer und derselbigen Stelle aufs Gratewohl hartnäckig verfolgen. 1823 Sonntag, den 9. Februar 1823 Abends bei Goethe, den ich allein fand in Gesprächen mit Meier. Ich durchblätterte ein Album vergangener Jahrhunderte mit einigen sehr berühmten Handschriften, wie zum Beispiel von Luther, Erasmus, Mosheim und anderen. Der letztere hatte in lateinischer Sprache folgendes merkwürdige Wort geschrieben Der Ruhm eine Quelle von Mühe und Leiden, die Dunkelheit eine Quelle des Glücks. Sonntag, den 23. Februar 1823. Goethe ist seit einigen Tagen gefährlich krank geworden. Gestern lag er ohne Hoffnung. Doch hat sich heute eine Krise eingestellt, wodurch er gerettet zu werden scheint. Noch diesen Morgen äußerte er, dass er sich für verloren halte. Später mittags schöpfte er Hoffnung, dass er es überwinden werde, und wieder abends meinte er, wenn er davonkomme, so müsse man gestehen, dass er für einen Greis ein zu hohes Spiel gespielt. Montag, den 24. Februar 1823 Der heutige Tag war in Bezug auf Goethe noch sehr beunruhigend, indem diesen Mittag die Besserung nicht erfolgte wie gestern. In einem Anfall von Schwäche sagte er zu seiner Schwiegertochter Ich fühle, dass der Moment gekommen, wo in mir der Kampf zwischen Leben und Tod beginnt. Doch hatte der Kranke am Abend sein volles geistiges Bewusstsein und zeigte schon Wiener einigen scherzhaften Übermut, Ihr seid zu furchtsam mit euren Mitteln, sagte er zu Rehbein, ihr schont mich zu sehr. Wenn man einen Kranken vor sich hat, wie ich es bin, so muß man ein wenig napoleontisch mit ihm zu Werke gehen. Er trank darauf eine Tasse eines Dekox von Arnika, welche gestern im gefährlichsten Moment von Huschke angewendet die glückliche Krise bewirkt hatte. Goethe machte eine graziöse Beschreibung dieser Pflanze und erhob ihre energischen Wirkungen in den Himmel. Man sagte ihm, daß die Ärzte nicht hätten zugeben wollen, dass der Großherzog ihn sehe. Wäre ich der Großherzog? rief Goethe, so würde ich viel gefragt und mich viel um euch gekümmert haben. In einem Augenblick, wo er sich besser befand und wo seine Brust freier zu sein schien, sprach er mit Leichtigkeit und klarem Geiste, worauf Rebaln, einem der nahestehenden, ins Ohr flüsterte, Eine bessere Respiration pflegt eine bessere Inspiration mit sich zu führen. Goethe, der es gehört, rief darauf mit großer Heiterkeit, Das weiß ich längst, aber diese Wahrheit passt nicht auf euch, ihr Schelm. Goethe saß aufrecht in seinem Bett, der offenen Tür seines Arbeitszimmers gegenüber, wo seine näheren Freunde versammelt waren, ohne dass er es wusste. Seine Züge erschienen mir wenig verändert, seine Stimme war rein und deutlich, doch war darin ein feierlicher Ton, wie der eines Sterbenden. Ihr scheint zu glauben, sagte er zu seinen Kindern, dass ich besser bin, aber ihr betrügt euch. Man suchte ihm jedoch seine Apprehensionen scherzend auszureden, welches er sich denn auch gefallen zu lassen schien. Es waren indes immer noch mehr Personen in das Zimmer hereingetreten, welches ich keineswegs für gut finden konnte, indem die Gegenwart so vieler Menschen unnötigerweise die Luft verschlechterte und der Bedienung des Kranken im Wege waren. Ich konnte nicht unterlassen, mich darüber auszusprechen und ging hinab in das untere Zimmer, von wo aus ich meine Biotans der kaiserlichen Hoheit zuschickte. Dienstag, den 25. Februar 1823. Goethe hat sich Rechenschaft ablegen lassen über das Verfahren, das man bisher mit ihm beobachtet. Auch hat er die Listen der Personen gelesen, die sich bisher nach seinem Befinden erkundigt und deren Zahl täglich sehr groß war. Er empfing darauf den Großherzog und schien später von dem Besuch nicht angegriffen. In seinem Arbeitszimmer fand ich heute weniger Personen, woraus ich zu meiner Freude schloss, dass meine gestrige Bemerkung etwas gefruchtet hatte. Nun aber, da die Krankheit gehoben ist, scheint man die Folgen zu fürchten. Seine linke Hand ist geschwollen, und es zeigen sich drohende Vorboten der Wassersucht. Erst in einigen Tagen wird man wissen, was man von dem endlichen Ausgang der Krankheit zu halten hat. Goethe hat heute das erste Mal nach einem seiner Freunde verlangt, nämlich nach seinem ältesten Freunde Meyer. Er wollte ihm eine seltene Medaille zeigen, die er aus Böhmen erhalten hat und worüber er entzückt ist. Ich kam um zwölf Uhr, und da Goethe hörte, dass ich dort war, ließ er mich in seine Nähe rufen. Er reichte mir die Hand, indem er mir sagte, Sie sehen in mir einen vom Tode erstandenen. Er beauftragte mich sodann, Ihrer kaiserlichen Hoheit für die Teilnahme zu danken, die sie ihm während seiner Krankheit bewiesen. Meine Genesung wird sehr langsam sein, fügte er darauf hinzu, aber den Herrn Ärzten bleibt doch nichtsdestoweniger die Ehre, ein kleines Wunder an mir getan zu haben. Nach ein paar Minuten zog ich mich zurück, seine Farbe ist gut, allein er ist sehr abgemagert und atmet noch mit einiger Beschwerde. Es kam mir vor, als würde ihm das Sprechen schwieriger als gestern. Die Geschwulst des linken Armes ist sehr sichtbar, er hält die Augen geschlossen und öffnet sie nur, wenn er spricht. Sonntag den zweiten März 1823. Diesen Abend bei Goethe, den ich in mehreren Tagen nicht gesehen. Er saß in seinem Lehnstuhl und hatte seine Schwiegertochter und Riemer bei sich. Er war auffallend besser. Seine Stimme hatte wieder ihren natürlichen Klang, sein Atemholen war frei, seine Hand nicht mehr geschwollen, sein Aussehen wieder wie in gesundem Zustand und seine Unterhaltung leicht. Er stand auf und ging ohne Umstände in sein Schlafzimmer und wieder zurück. Man trank den Tee bei ihm und da es heute wieder das erste Mal war, so machte ich Frau von Goethe scherzhaft Vorwürfe, dass sie vergessen habe, einen Blumenstrauß auf das Teebrett zu stellen. Frau von Goethe nahm sogleich ein farbiges Band von ihrem Hut und band es an die Teemaschine. Dieser Scherz schien Goethen viel Vergnügen zu machen. Wir betrachteten darauf eine Sammlung nachgemachter Edelsteine, die der Großherzog hatte von Paris kommen lassen. Sonnabend, den 22. März 1823. Man hat heute im Theater Goethes Tasso zur Feier seiner Genesung gegeben, mit einem Prolog von Riemer den Frau von Heigendorf gesprochen. Seine Büste ward unter lautem Beifall der gerührten Zuschauer mit einem Laubeerkranz geschmückt. Nach beendigter Vorstellung ging Frau von Eigendorf zu Goethe. Sie war noch im Kostüm der Leonore und überreichte ihm den Kranz des Tasso, den Goethe nahm, um damit die Büste der Großfürstin Alexandra zu schmücken. Dienstag, den 1. April 1823. Ich brachte Goethe von Seiten ihrer kaiserlichen Hoheit eine Nummer des französischen Modejournals, worin von einer Übersetzung seiner Werke die Rede war. Wir sprachen bei dieser Gelegenheit über Rameau's Neffen, wovon das Original lange verloren gewesen. Verschiedene Deutsche glauben, dass jenes Original nie existiert habe und dass alles Goethes eigene Erfindung sei. Goethe aber versicherte, dass es ihm durchaus unmöglich gewesen sein würde, Diderot's geistreiche Darstellung und Schreibart nachzuahmen und dass der deutsche Rameau nichts weiter sei als eine sehr treue Übersetzung. Donnerstag, den 3. April 1823. Einen Teil des Abends bei Goethe zugebracht, in Gesellschaft des Herrn Oberbaudirektor Kudrey. Wir sprachen über das Theater und die Verbesserungen, die dabei seit einiger Zeit eingetreten sind. Ich bemerke es ohnehin zu gehen, sagte Goethe lachend. Noch zwei Monate kamen meine Kinder des Abends immer missvergnügt nach Hause. Sie waren nie mit dem Pläsier zufrieden, das man ihnen hatte bereiten wollen. Aber jetzt hat sich das Blatt gewendet. Sie kommen mit freudeglänzenden Gesichtern, weil sie doch einmal sich recht hätten satt weinen können. Gestern haben sie diese Wonne der Tränen einem Drama von Kotzebue zu verdanken gehabt. Sonntag, den 13. April 1823. Abends mit Goethe allein. Wir sprachen über Literatur, Lord Byron, dessen Sartanapal und Werner. Sodann kamen wir auf den Faust, über den Goethe oft und gerne redet. Er möchte, dass man ihn ins Französische übersetze, und zwar im Charakter der Zeit des Marot. Er betrachtete ihn als die Quelle, aus der Byron die Stimmung zu seinem Manfred geschöpft. Goethe findet, dass Byron in seinen beiden letzten Tragödien entschiedene Fortschritte gemacht, indem er darin weniger düster und misanthropisch erscheint. Wir sprachen sodann über den Text der Zauberflöte, wovon Goethe die Fortsetzung gemacht, aber noch keinen Komponisten gefunden hat, um den Gegenstand gehörig zu behandeln. Er gibt zu, dass der bekannte erste Teil voller Unwahrscheinlichkeiten und Späße sei, die nicht jeder zurechtzulegen und zu würdigen wisse, aber man müsse doch auf alle Fälle dem Autor zugestehen, dass er in hohem Grade die Kunst verstanden habe, durch Kontraste zu wirken und große theatralische Effekte herbeizuführen. Dienstag, den 15. April 1823 abends bei goethe mit gräfin Caroline egloffstein goethe scherzte über die deutschen almanache und andere periodische erscheinungen alle von einer lächerlichen sentimentalität durchdrungen die an der ordnung des tages zu sein scheinen die Gräfin bemerkte, dass die deutschen Romanschreiber den Anfang gemacht, den Geschmack ihrer zahlreichen Leser zu verderben, und dass nun wiederum die Leser die Romanschreiber verderben, die, um für ihre Manuskripte einen Verleger zu finden, sich jetzt ihrerseits dem herrschenden schlechten Geschmack des Publikums bequemen müssten. Sonnabend, den 26. April 1823. Ich fand Coudray und Meyer bei Goethe. Man sprach über verschiedene Dinge. Die Großherzogliche Bibliothek, sagte Goethe unter anderem, besitzt einen Globus, der unter der Regierung Karls V. von einem Spanier verfertigt worden. Es finden sich auf ihm einige merkwürdige Inschriften, wie zum Beispiel die folgende. Die Chinesen sind ein Volk, das sehr viele Ähnlichkeit mit den Deutschen hat. In älteren Zeiten, fuhr Goethe fort, waren auf den Landkarten die afrikanischen Wüsten mit Abbildungen wilder Tiere bezeichnet. Heutzutage aber tut man dergleichen nicht, vielmehr ziehen die Geographen vor, uns carte blanche zu lassen. Dienstag, den 6. Mai 1823. Abends bei Goethe, er suchte mir einen Begriff seiner Farbenlehre zu geben, das Licht, sagte er, sei keineswegs eine Zusammensetzung verschiedener Farben. Auch könne das Licht allein keine Farben hervorbringen, vielmehr gehöre immer dazu eine gewisse Modifikation und Mischung von Licht und Schatten. Dienstag, den 13. Mai 1823. Ich fand Goethe beschäftigt, seine kleinen Gedichtchen und Blättchen an Personen zusammenzusuchen. In früheren Zeiten, sagte er, wo ich leichtsinniger mit meinen Sachen umging und Abschriften zu nehmen unterließ, sind hunderte solcher Gedichte verloren gegangen. Montag, den 2. Juni 1823 Der Kanzler, Riemer und Meyer waren bei Goethe. Man sprach über die Gedichte von Beranger und Goethe kommentierte und paraphrasierte einige derselben mit großer Originalität und guter Laune. So dann war von Physik und Meteorologie die Rede. Goethe ist im Begriff, die Theorie einer Witterungslehre auszuarbeiten, wobei er das Steigen und Fallen des Barometers gänzlich den Wirkungen des Erdballes und dessen Anziehung und Entlassung der Atmosphäre zuschreiben wird. Die Herren Gelehrten und namentlich die Herren Mathematiker, fuhr Goethe fort, werden nicht verfehlen, meine Ideen durchaus lächerlich zu finden, oder auch sie werden noch besser tun, sie werden sie vornehmerweise völlig ignorieren. Wissen Sie aber warum? Weil Sie sagen, ich sei kein Mann vom Fach der Kastengeistergelehrten, erwiderte ich, wäre wohl zu verzeihen, wenn sich in ihre Theorien einige Irrtümer eingeschlichen haben und darin fortgeschleppt werden, so muß man die Ursache darin suchen, dass sie dergleichen zu einer Zeit als Dogmen überliefert bekommen haben, wo sie selber noch auf den Schulbänken saßen. Das ist es eben, rief Goethe. Eure Gelehrten machen es wie unsere weimarischen Buchbinder. Das Meisterstück, das man von ihnen verlangt, um in die Gilde aufgenommen zu werden, ist keineswegs ein hübscher Einband nach dem neuesten Geschmack. Nein, weit entfernt. Es muss noch immer eine dicke Bibel in Folio geliefert werden, ganz wie sie vor zwei bis drei Jahrhunderten Mode war, mit plumpen Deckeln und in starkem Leder. Die Aufgabe ist eine Absurdität. Aber es würde dem armen Handwerker schlecht gehen, wenn er behaupten wollte, seine Examinatoren wären dumme Leute. Freitag, den 24. Oktober 1823. Abends bei Goethe. Madame Cimanowska, deren Bekanntschaft er diesen Sommer in Marienbad gemacht, fantasierte auf dem Flügel. Goethe, im Anhören verloren, schien mitunter sehr ergriffen und bewegt. Dienstag, den 11. November 1823. Kleine Abendgesellschaft bei Goethe, der seit längerer Zeit wieder leidend ist. Seine Füße hat er in eine wollene Decke gewickelt, die ihn seit dem Feldzuge in der Champagne überall hin begleitet. Bei Gelegenheit dieser Decke erzählte er uns eine Anekdote aus dem Jahr 1806 wo die Franzosen Jena okkupiert hatten und der Kaplan eines französischen Regiments Behänge zum Schmuck seines Altars requirierte. Man hatte ihm ein Stück glänzend karmesinrotes Zeug geliefert, sagte Goethe, das ihm aber noch nicht genug war. Er beschwerte sich darüber bei mir. Schicken Sie mir jenes Zeug, antwortete ich ihm, ich will sehen, ob ich Ihnen etwas Besseres verschaffen kann. Indessen hatten wir auf unserem Theater ein neues Stück zu geben, und ich benutzte den prächtigen roten Stoff, um damit meine Schauspieler herauszuputzen. Was aber meinen Kaplan betraf, so erhielt er weiter nichts, er ward vergessen, und er hat sehen müssen, wie er sich selber half. Sonntag, den 16. November 1823. Goethe ist immer noch nicht besser. Die Frau Großfürstin schickte ihm diesen Abend durch mich einige sehr schöne Medaillen, deren Betrachtung ihm vielleicht einige Zerstreuung und Aufheiterung gewähren möchte. Goethe war über diese zarte Aufmerksamkeit seiner hohen Fürstin sichtbar erfreut. Er klagte mir darauf, dass er denselbigen Schmerz an der Seite des Herzens fühle, wie er seiner schweren Krankheit vom vorigen Winter vorangegangen. Ich kann nicht arbeiten, sagt er, ich kann nicht lesen und selbst das Denken gelingt mir nur in glücklichen Augenblicken der Erleichterung. Montag, den 17. November 1823. Humboldt ist hier. Ich war heute einen Augenblick bei Goethe, wo es mir schien, als ob die Gegenwart und die Unterhaltung Humboldts einen günstigen Einfluss auf ihn gehabt habe. Sein Übel scheint nicht bloß physischer Art zu sein, es scheint vielmehr, dass die leidenschaftliche Neigung, die er diesen Sommer in Marien war, zu einer jungen Dame gefasst und die er jetzt zu bekämpfen sucht, als Hauptursache seiner jetzigen Krankheit zu betrachten ist. Freitag, den 28. November 1823 der erste Teil von Mayers Kunstgeschichte, der soeben erschienen, scheint Goethe sehr angenehm zu beschäftigen. Er sprach darüber heute in Ausdrücken des höchsten Lobes. Freitag, den 5. Dezember 1823. Ich brachte Goethe einige Mineralien, besonders ein Stück tonigen Ocker, den Deschamps zu Courmayen gefunden und wovon Herr Massot viel Rühmens macht. Wie sehr aber war Goethe erstaunt, als er in dieser Farbe ganz dieselbige erkannte, die Angelika Kaufmann zu den Fleischpartien ihrer Gemälde zu benutzen pflegte. Sie schätzte das wenige, das sie davon besaß, sagte er, nach dem Gewicht des Goldes. Der Ort indes, wo es herstammte und wo es zu finden, war ihr unbekannt. Goethe meinte gegen seine Tochter, ich behandle ihn wie einen Sultan, dem man täglich neue Geschenke bringe. Er behandelt sie vielmehr wie ein Kind, erwiderte Frau von Goethe, worüber er sich denn nicht enthalten konnte, zu lächeln. Sonntag, den 7. Dezember 1823. Ich fragte Goethe, wie er sich heute befinde. Nicht ganz so schlecht als Napoleon auf seiner Insel, war die seufzende Antwort. Der sich sehr in die Länge ziehende, krankhafte Zustand scheint dann doch nach und nach sehr auf ihn zu wirken. Sonntag, den 21. Dezember 1823 Goethes gute Laune war heute wieder glänzend. Wir haben den kürzesten Tag erreicht und die Hoffnung, jetzt mit jeder Woche die Tage wieder bedeutend zunehmen zu sehen, scheint auf seine Stimmung den günstigsten Einfluss auszuüben. Heute feiern wir die Wiedergeburt der Sonne, rief er mir froh entgegen, als ich diesen Vormittag bei ihm eintrat. Ich hörte, dass er jedes Jahr die Wochen vor dem kürzesten Tag in deprimierter Stimmung zu verbringen und zu verseufzen pflegt. Frau von Goethe trat herein, um ihren Schwiegerpapa zu benachrichtigen, dass sie nach Berlin zu reisen im Begriff sei, um dort mit ihrer nächstens zurückkommenden Mutter zusammenzutreffen. Als Frau von Goethe gegangen war, scherzte Goethe mit mir über die lebendige Einbildungskraft, welche die Jugend charakterisiere. Ich bin zu alt, sagte er, um ihr zu widersprechen und ihr begreiflich zu machen, dass die Freude, ihre Mutter dort oder hier zuerst wiederzusehen, ganz dieselbige sein würde. Diese Winterreise ist viel Mühe um nichts, aber ein solches Nichts ist der Jugend oft unendlich viel und im ganzen genommen, was tut's, man muß oft etwas Tolles unternehmen, um nur wieder eine Zeit lang leben zu können. In meiner Jugend habe ich es nicht besser gemacht, doch bin ich noch ziemlich mit heiler Haut davon gekommen. Dienstag, den 30. Dezember 1823. Abends mit Goethe allein in allerlei Gesprächen, er sagte mir, dass er die Absicht habe, seine Reise in die Schweiz vom Jahr 1797 in seine Werke aufzunehmen. So dann war die Rede vom Werther, den er nicht wieder gelesen habe, als einmal ungefähr zehn Jahre nach seinem Erscheinen. Auch mit seinen anderen Schriften habe er es so gemacht. Wir sprachen darauf von Übersetzungen, wobei er mir sagte, dass es ihm sehr schwer werde, englische Gedichte in deutschen Versen wiederzugeben. Wenn man die schlagenden einsilbigen Worte der Engländer, sagte er, mit viersilbigen oder zusammengesetzten Deutschen ausdrücken will, so ist gleich alle Kraft und Wirkung verloren. Von seinem Rameau sagte er, dass er die Übersetzung in vier Wochen gemacht und alles diktiert habe. Wir sprachen sodann über Naturwissenschaften, insbesondere über die Kleingeisterei, womit diese und jene Gelehrten sich um die Priorität streiten. Ich habe durch nichts die Menschen besser kennengelernt, sagte Goethe, als durch meine wissenschaftlichen Bestrebungen. Ich habe es mich viel kosten lassen, und es ist mit manchen Leiden verknüpft gewesen, aber ich freue mich dennoch, die Erfahrung gemacht zu haben. In den Wissenschaften, bemerkte ich, scheint auf eine besondere Weise der Egoismus der Menschen angeregt zu werden, und wenn dieser einmal in Bewegung gesetzt ist, so pflegen sehr bald alle Schwächen des Charakters zum Vorschein zu kommen. Die Fragen der Wissenschaft, versetzte Goethe, sind sehr häufig Fragen der Existenz. Eine einzige Entdeckung kann einen Mann berühmt machen und sein bürgerliches Glück begründen. Deshalb herrscht auch in den Wissenschaften diese große Strenge und dieses Festhalten und diese Eifersucht auf das Aperçu eines Andern. Im Reich der Ästhetik dagegen ist alles weit lässlicher. Die Gedanken sind mehr oder weniger ein angeborenes Eigentum aller Menschen, wobei alles auf die Behandlung und Ausführung ankommt und billigerweise wenig Neid stattfindet. Ein einziger Gedanke kann das Fundament zu hundert Epigrammen hergeben, und es fragt sich bloß, welcher Poet denn nun diesen Gedanken auf die wirksamste und schönste Weise zu versinnlichen gewusst habe. Bei der Wissenschaft aber ist die Behandlung null, und alle Wirkung liegt im Aperçu. Es ist dabei wenig Allgemeines und Subjektives, sondern die einzelnen Manifestationen der Naturgesetze liegen alles wingsartig starr, fest und stumm außer uns da. Jedes wahrgenommene neue Phänomen ist eine Entdeckung, jede Entdeckung ein Eigentum. Taste aber nur einer das Eigentum an, und der Mensch mit seinen Leidenschaften wird sogleich da sein. Es wird aber, fuhr Goethe fort, in den Wissenschaften auch zugleich dasjenige als Eigentum angesehen, was man auf Akademien überliefert erhalten und gelernt hat. Kommt nun einer, der etwas Neues bringt, das mit unserem Credo, das wir seit Jahren nachbeten und wiederum anderen überliefern, in Widerspruch steht und es wohl gar zu stürzen droht, so regt man alle Leidenschaften gegen ihn auf, und sucht ihn auf alle Weise zu unterdrücken. Man sträubt sich dagegen, wie man nur kann, man tut, als höre man nicht, als verstände man nicht, man spricht darüber mit Geringschätzung, als wäre es gar nicht der Mühe wert, es nur anzusehen und zu untersuchen, und so kann eine neue Wahrheit lange warten, bis sie sich Bahn macht. Ein Franzose sagte zu einem meiner Freunde in Bezug auf meine Farbenlehre, wir haben fünfzig Jahre lang gearbeitet, um das Reich Newtons zu gründen und zu befestigen. Es werden andere fünfzig Jahre nötig sein, um es zu stürzen. Die mathematische Gilde hat meinen Namen in der Wissenschaft so verdächtig zu machen gesucht, dass man sich scheut, ihn nur zu nennen. Es kam mir vor einiger Zeit eine Broschüre in die Hand, worin Gegenstände der Farbenlehre behandelt werden, und zwar schien der Verfasser ganz durchdrungen von meiner Lehre zu sein und hatte alles auf dieselben Fundamente gebaut und zurückgeführt. Ich las die Schrift mit großer Freude, allein zu meiner nicht geringen Überraschung musste ich sehen, dass der Verfasser mich nicht einmal genannt hatte. Später ward mir das Rätsel gelöst. Ein gemeinschaftlicher Freund besuchte mich und gestand mir, der talentreiche junge Verfasser, habe durch jene Schrift seinen Ruf zu gründen gesucht und habe mit Recht gefürchtet, sich bei der gelehrten Welt zu schaden, wenn er es gewagt hätte, seine vorgetragenen Ansichten durch meinen Namen zu stützen. Die kleine Schrift machte Glück, und der geistreiche junge Verfasser hat sich mir später persönlich vorgestellt und sich entschuldigt. Der Fall scheint mir um so merkwürdiger, versetzte ich, da man in allen anderen Dingen auf ihre Autorität stolz zu sein Ursache hat und jedermann sich glücklich schätzt, in ihrer Zustimmung vor der Welt einen mächtigen Schutz zu finden. Bei Ihrer Farbenlehre scheint mir das Schlimme zu sein, dass Sie es dabei nicht bloß mit dem berühmten von allen anerkannten Juden, sondern auch mit seinen in der ganzen Welt verbreiteten Schülern zu tun haben, die ihre Meister anhängen und deren Zahl Legion ist. Gesetzt auch, dass Sie am Ende recht behalten, so werden Sie gewiss noch eine geraume Zeit mit Ihrer neuen Lehre alleinstehen. Ich bin es gewohnt und bin darauf gefasst, erwiderte Goethe. Aber sagen Sie selbst, fuhr er fort, konnte ich nicht stolz sein, wenn ich mir seit zwanzig Jahren gestehen musste, dass der große Newton und alle Mathematiker und erhabenen Rechner mit ihm in Bezug auf die Farbenlehre sich in einem entschiedenen Irrtum befänden, und dass ich unter Millionen der Einzige sei, der in diesem großen Naturgegenstande allein das Rechte wisse. Mit diesem Gefühl der Superiorität war es mir denn möglich, die stupide Anmaßlichkeit meiner Gegner zu ertragen. Man suchte mich und meine Lehre auf alle Weise anzufeinden und meine Ideen lächerlich zu machen, aber ich hatte nichtsdestoweniger über mein vollendetes Werk eine große Freude. Alle Angriffe meiner Gegner dienten mir nur, um die Menschen in ihrer Schwäche zu sehen. Während Goethe so mit einer Kraft und einem Reichtum des Ausdruckes sprach, wie ich in ganzer Wahrheit wiederzugeben nicht imstande bin, glänzten seine Augen von einem außerordentlichen Feuer. Man sah darin den Ausdruck des Triumphes, während ein ironisches Lächeln um seine Lippen spielte. Die Züge seines schönen Gesichtes waren imposanter als je. Mittwoch den 31. Dezember 1823 bei Goethe zu Tisch, in mancherlei Gesprächen, er zeigte mir ein Portefeuille mit Handzeichnungen, unter denen besonders die Anfänge von Heinrich Füßli merkwürdig. Wir sprachen sodann über religiöse Dinge und den Missbrauch des göttlichen Namens. Die Leute traktieren ihn, sagte Goethe, als wäre das unbegreifliche, gar nicht auszudenkende höchste Wesen nicht viel mehr als ihresgleichen. Sie würden sonst nichts sagen, der Herr Gott, der liebe Gott, der gute Gott. Er wird ihnen, besonders den Geistlichen, die ihn täglich im Munde führen, zu einer Phase, zu einem bloßen Namen, wobei sie sich auch gar nichts denken. Wären sie aber durchdrungen von seiner Größe, sie würden verstummen und ihn vor Verehrung nicht nennen mögen. 1824. Freitag, den 2. Januar 1824. Bei Goethe zu Tisch in heiteren Gesprächen. Eine junge Schönheit der weimarischen Gesellschaft kam zur Erwähnung, wobei einer der Anwesenden bemerkte, dass er fast auf dem Punkt stehe, sie zu lieben, obgleich ihr Verstand nicht eben glänzend zu nennen. Ha, sagte Goethe lachend, als ob die Liebe etwas mit dem Verstande zu tun hätte. Wir lieben an einem jungen Frauenzimmer ganz andere Dinge als den Verstand. Wir lieben an ihr das Schöne, das Jugendliche, das Neckische, das Zutrauliche, den Charakter, ihre Fehler, ihre Kapricen und Gott weiß was alles Unaussprechliche sonst. Aber wir lieben nicht ihren Verstand. Ihren Verstand achten wir, wenn er glänzend ist. Und ein Mädchen kann dadurch in unseren Augen unendlich an Wert gewinnen. Auch mag der Verstand gut sein, uns zu fesseln, wenn wir bereits lieben. Allein der Verstand ist nicht dasjenige, was fähig wäre, uns zu entzünden und eine Leidenschaft zu erwecken. Man fand an Goethes Worten viel Wahres und Überzeugendes und war sehr bereit, den Gegenstand ebenfalls von dieser Seite zu betrachten. Nach Tisch und als die übrigen gegangen waren, blieb ich bei Goethe sitzen und verhandelte mit ihm noch mancherlei Gutes. Wir sprachen über die englische Literatur, über die Größe Shakespeares und welche einen ungünstigen Stand alle englischen dramatischen Schriftsteller gehabt, die nach jenem poetischen Riesen gekommen. Ein dramatisches Talent, fuhr Goethe fort, wenn es bedeutend war, konnte nicht umhin, von Shakespeare Notiz zu nehmen. Ja, es konnte nicht umhin, ihn zu studieren. Studierte es ihn aber, so musste ihm bewusst werden, dass Shakespeare die ganze Menschennatur nach allen Richtungen hin und in allen Tiefen und Höhen bereits erschöpft habe, und dass im Grunde für ihn, den Nachkömmling, nichts mehr zu tun übrig bleibe. Und woher hätte einer den Mut nehmen sollen, nur die Feder anzusetzen, wenn er sich solcher bereits vorhandener, unergründlicher und unerreichbarer Vortrefflichkeiten in ernster, anerkennender Seele bewusst war? Da hatte ich es freilich vor fünfzig Jahren in meinem lieben Deutschland besser. Ich konnte mich sehr bald mit dem Vorhandenen abfinden, es konnte mir nicht lange imponieren, und mich nicht sehr aufhalten. Ich ließ die deutsche Literatur und das Studium derselben sehr bald hinter mir und wendete mich zum Leben und zur Produktion. So nach und nach vorschreitend ging ich in meiner natürlichen Entwicklung fort und bildete mich nach und nach zu den Produktionen heran, die mir von Epoche zu Epoche gelangen. Und meine Idee vom Vortrefflichen war auf jeder meiner Lebens und Entwicklungsstufen nie viel größer, als was ich auch auf jeder Stufe zu machen imstande war. Wäre ich aber als Engländer geboren, und wären alle jene vielfältigen Meisterwerke bei meinem ersten jugendlichen Erwachen mit all ihrer Gewalt auf mich eingedrungen, es hätte mich überwältigt, und ich hätte nicht gewusst, was ich hätte tun sollen. Ich hätte nicht so leichten frischen Mutes vorschreiten können, sondern mich sicher erst lange besinnen und umsehen müssen, um irgendwo einen neuen Ausweg zu finden. Ich lenkte das Gespräch auf Shakespeare zurück. Wenn man ihn, sagte ich, aus der englischen Literatur gewissermaßen herausreißt und als einen Einzelnen nach Deutschland versetzt und betrachtet, so kann man nicht umhin, seine riesenhafte Größe als ein Wunder anzustaunen. Sucht man ihn aber in seiner Heimat auf, versetzt man sich auf den Boden seines Landes und in die Atmosphäre des Jahrhunderts, in dem er lebte, studiert man ferner seine mitlebenden und unmittelbaren Nachfolger, atmet man die Kraft, die uns aus Ben Johnson, Messenger, Marlowe und Beaumont und Fletcher anweht, so bleibt zwar Shakespeare immer noch eine gewaltig hervorragende Größe, aber man kommt doch zu der Überzeugung, dass viele Wunder seines Geistes einigermaßen zugänglich werden und dass vieles von ihm in der kräftigen, produktiven Luft seines Jahrhunderts und seiner Zeit lag. Sie haben vollkommen recht, erwiderte Goethe, es ist mit Shakespeare wie mit den Gebirgen der Schweiz. Verpflanzen Sie den Mont Blanc unmittelbar in die große Ebene der Lüneburger Heide, und Sie werden vor Erstaunen über seine Größe keine Worte finden. Besuchen Sie ihn aber in seiner riesigen Heimat, bekommen Sie zu ihm über seine großen Nachbarn die Jungfrau, das Finsterahorn, den Eiger, das Wetterhorn, den Gotthard und Monte Rosa, so wird zwar der Mont Blanc immer ein Riese bleiben, allein er wird uns nicht mehr in ein solches Erstaunen setzen. Wer übrigens nicht glauben will, fuhr Goethe fort, dass vieles von der Größe Shakespeares seiner großen, kräftigen Zeit angehört, der stelle sich nur die Frage, ob er denn eine solche staunenerregende Erscheinung in dem heutigen England von 1824 in diesen schlechten Tagen kritisierender und zersplitternder Journale für möglich halte. Jenes ungestörte, unschuldige, nachwandlerische Schaffen, wodurch allein etwas Großes gedeihen kann, ist gar nicht mehr möglich. Unsere jetzigen Talente liegen alle auf dem Präsentierteller der Öffentlichkeit. Die täglich an fünfzig verschiedenen Orten erscheinenden kritischen Blätter und der dadurch im Publikum bewirkte Klatsch lassen nichts Gesundes aufkommen. Wer sich heutzutage nicht ganz davon zurückhält und sich nicht mit Gewalt isoliert, ist verloren. Es kommt zwar durch das schlechte, größtenteils negative, ästhetisierende und kritisierende Zeitungswesen eine Art Halbkultur in die Massen, allein dem hervorbringenden Talent, ist es ein böser Nebel, ein fallendes Gift, das den Baum seiner Schöpfungskraft zerstört, vom grünen Schmuck der Blätter bis in das tiefste Mark und die verborgenste Faser. Und dann, wie zahm und schwach ist seit den lumpigen paar hundert Jahren nicht das Leben selber geworden. Wo kommt uns noch eine originelle Natur unverhüllt entgegen? Und wo hat einer die Kraft, wahr zu sein, und sich zu zeigen, wie er ist? Das wirkt aber zurück auf den Poeten, der alles in sich selber finden soll, während von außen ihn alles im Stich lässt. Das Gespräch wendete sich auf den Wärter. Das ist auch so ein Geschöpf, sagte Goethe, dass ich gleich dem Pelikan mit dem Blut meines eigenen Herzens gefüttert habe. Es ist darin so viel Innerliches aus meiner eigenen Brust, so viel von Empfindungen und Gedanken, um damit wohl ein Roman von zehn solcher Bändchen auszustatten. Übrigens habe ich das Buch, wie schon öfter gesagt, seit seinem Erscheinen nur ein einziges Mal wieder gelesen und mich gehütet, es abermals zu tun. Es sind lauter Brandraketen. Es wird mir unheimlich dabei und ich fürchte den pathologischen Zustand wieder durchzuempfinden, aus dem es hervorging. Ich erinnerte an sein Gespräch mit Napoleon, das ich aus der Skizze kenne, die unter seinen ungedruckten Papieren vorhanden und die ich ihn wiederholt ersucht habe, weiter auszuführen. Napoleon, sagte ich, bezeichnet gegen Sie im Werther eine Stelle, die ihm einer scharfen Prüfung gegenüber nicht stich zu halten scheine, welches Sie ihm auch zugeben. Ich möchte sehr gerne wissen, welche Stelle er gemeint hat. Raten Sie, sagte Goethe mit einem geheimnisvollen Lächeln. Und nun, sagte ich, ich dächte fast, es wäre die, wo Lotte Werthern die Pistolen schickt, ohne gegen Alberten ein Wort zu sagen und ohne ihm ihre Ahnungen und Befürchtungen mitzuteilen. Sie haben sich zwar alle Mühe gegeben, diese Schweigen zu motivieren, allein erscheint doch alles gegen die dringende Notwendigkeit, wo es das Leben des Freundes galt, nicht stichzuhalten. Ihre Bemerkung, erwiderte Goethe, ist freilich nicht schlecht, ob aber Napoleon dieselbe Stelle gemeint hat oder eine andere, Halte ich für gut nicht zu verraten. Aber wie gesagt, Ihre Beobachtung ist ebenso richtig wie die seinige. Ich brachte zur Erwähnung, ob denn die große Wirkung, die der Wärter bei seinem Erscheinen gemacht, wirklich in der Zeit gelegen. Ich kann mich, sagte ich, nicht zu dieser allgemein verbreiteten Ansicht bekennen. Der Wärter hat Epoche gemacht, weil er erschien, nicht weil er in einer gewissen Zeit erschien. Es liegt in jeder Zeit so viel unausgesprochenes Leiden, so viel heimliche Unzufriedenheit und Lebensüberdruss und in einzelnen Menschen so viele Missverhältnisse zur Welt, so viele Konflikte ihrer Natur mit bürgerlichen Einrichtungen, dass der Wärter Epoche machen würde und wenn er erst heute erschiene. Sie haben wohl recht, erwiderte Goethe, weshalb denn auch das Buch auf ein gewisses Jünglingsalter noch heute wirkt wie damals. Auch hätte ich kaum nötig gehabt, meinen eigenen jugendlichen Trübsinn aus allgemeinen Einflüssen meiner Zeit und aus der Lektüre einzelner englischer Autoren herzuleiten es waren vielmehr individuelle naheliegende verhältnisse die mir auf die nägel brannten und mir zu schaffen machten und die mich in jenen gemütszustand brachten aus dem der wärter hervorging ich hatte gelebt geliebt und sehr viel gelitten das war es die vielbesprochene werterzeit gehört wenn man es näher betrachtet freilich nicht dem gang der weltkultur an sondern im Lebensgang jedes Einzelnen, der mit angeborenem freiem Natursinn sich in die beschränkenden Formen einer veralteten Welt finden und schicken lernen soll. Gehindertes Glück, gehemmte Tätigkeit mit unbefriedigten Wünschen sind nicht Gebrechen einer besonderen Zeit, sondern jedes einzelnen Menschen und es müsste schlimm sein, wenn nicht jeder einmal in seinem Leben eine Epoche haben sollte, wo ihm der Wert käme, als wäre er bloß für ihn geschrieben. Sonntag, den 4. Januar 1824. Heute nach Tisch ging Goethe mit mir das Portefeuille von Raphael durch. Er beschäftigte sich mit Raphael sehr oft, um sich immerfort im Verkehr mit dem Besten zu erhalten und sich immerfort zu üben, die Gedanken eines hohen Menschen nachzudenken. Dabei macht es ihm Freude, mich in ähnliche Dinge einzuführen hernach sprachen wir über den divan besonders über das buch des unmuts worin manches ausgeschüttet was er gegen seine feinde auf dem herzen hatte ich habe mich übrigens sehr mäßig gehalten fügte er hinzu wenn ich alles hätte aussprechen wollen was mich wurmte und mir zu schaffen machte so hätten die wenigen seiten wohl zu einem ganzen bande anwachsen können man war im Grunde nie mit mir zufrieden und wollte mich immer anders, als es Gott gefallen hatte, mich zu machen. Auch war man selten mit dem zufrieden, was ich hervorbrachte. Wenn ich mich Jahr und Tag mit ganzer Seele abgemüht hatte, der Welt mit einem neuen Werk etwas zuliebe zu tun, so verlangte sie, dass ich mich noch obendrein bei ihr bedanken sollte, dass sie es nur erträglich fand. Lobte man mich, so sollte ich das nicht in freudigem Selbstgefühl als einen schuldigen Tribut hinnehmen, sondern man erwartete von mir irgendeine ablehnende, bescheidene Phrase, worin ich demütig den völligen Unwert meiner Person und meines Werkes an den Tag lege. Das aber widerstrebte meiner Natur, und ich hätte müssen ein elender Lump sein, wenn ich so hätte heucheln und lügen wollen. Da ich nun aber stark genug war, mich in ganzer Wahrheit so zu zeigen, wie ich fühlte, so galt ich für stolz und gelte noch bis auf den heutigen Tag. In religiösen Dingen, in wissenschaftlichen und politischen überall machte es mir zu schaffen, dass ich nicht heuchelte und dass ich den Mut hatte, mich auszusprechen, wie ich empfand. Ich glaubte an Gott und die Natur und an den Sieg des Edlen über das Schlechte. Aber das war den frommen Seelen nicht genug. Ich sollte auch glauben, dass drei eins sei und eins drei, das aber widerstrebte dem Wahrheitsgefühl meiner Seele. Auch sah ich nicht ein, dass mir damit auch nur im mindesten wäre geholfen gewesen. Ferner bekam es mir schlecht, dass ich einsah, die Newtonische Lehre vom Licht und der Farbe sei ein Irrtum, und dass ich den Mut hatte, dem allgemeinen Credo zu widersprechen. Ich erkannte das Licht in seiner Reinheit und Wahrheit und hielt es für meines Amtes, dafür zu streiten. Jene Partei aber trachtete in allem Ernst, das Licht zu verfinstern, denn sie behauptete, das Schattige sei ein Teil des Lichtes. Es klingt absurd, wenn ich es so ausspreche, aber doch ist es so. Denn man sagt, die Farben, welche doch ein schattiges und durchschattetes sind, seien das Licht selber oder was auf eins hinauskommt, sie seien des Lichtes bald so und bald so gebrochene Strahlen. Goethe schwieg, während auf seinem bedeutenden Gesicht ein ironisches Lächeln verbreitet war, er fuhr fort Und nun gar in politischen Dingen. Was ich da für Not und was ich da zu leiden gehabt, mag ich gar nicht sagen. Kennen Sie meine Aufgeregten? Erst gestern, erwiderte ich, habe ich wegen der neuen Ausgabe Ihrer Werke das Stück gelesen und von Herzen bedauert, dass es unvollendet geblieben. Aber wie es auch ist, so wird sich jeder Wohldenkende zu Ihrer Gesinnung bekennen. Ich schrieb es zur Zeit der Französischen Revolution, fuhr Goethe fort, und man kann es gewissermaßen als mein politisches Glaubensbekenntnis jener Zeit ansehen. Als Repräsentanten des Adels hatte ich die Gräfin hingestellt und mit den Worten, die ich ihr in den Mund gelegt, ausgesprochen, wie der Adel eigentlich denken soll. Die Gräfin kommt soeben aus Paris zurück, sie ist dort Zeuge der revolutionären Vorgänge gewesen und hat daraus für sich selbst keine schlechte Lehre gezogen. Sie hat sich überzeugt, dass das Volk wohl zu drücken, aber nicht zu unterdrücken ist, und dass die revolutionären Aufstände der unteren Klassen eine Folge der Ungerechtigkeiten der Großen sind. Jede Handlung, die mir unbillig scheint, sagt sie, will ich künftig streng vermeiden, auch werde ich über solche Handlungen anderer in der Gesellschaft und bei Hofe meine Meinung laut sagen. Zu keiner Ungerechtigkeit will ich mehr schweigen, und wenn ich auch unter dem Namen einer Demokratin verschrien werden sollte. Ich dächte, fuhr Goethe fort, diese Gesinnung wäre durchaus respektabel. Sie war damals die meinige und ist es noch jetzt. Zum Lohne dafür aber belegte man mich mit allerlei Titeln, die ich nicht wiederholen mag. Man braucht nur den Egmont zu lesen, versetzte ich, um zu erfahren, wie sie denken. Ich kenne kein deutsches Stück, wo der Freiheit des Volkes mehr das Wort geredet würde, als in diesem. Man beliebt einmal, erwiderte Goethe, mich nicht so sehen zu wollen, wie ich bin, und wendet die Blicke von allem hinweg, was mich in meinem wahren Lichte zeigen könnte. Dagegen hat Schiller, der unter uns weit mehr ein Aristokrat war als ich, der aber weit mehr bedachte, was er sagte, als ich, das merkwürdige Glück als besonderer Freund des Volkes zu gelten. Ich gönne es ihm von Herzen und tröste mich damit, dass es anderen vor mir nicht besser gegangen. Es ist wahr, ich konnte kein Freund der französischen Revolution sein, denn ihre Gräuel standen mir zu nahe und empörten mich täglich und stündlich, während ihre wohltätigen Folgen damals noch nicht zu ersehen waren. Auch konnte ich nicht gleichgültig dabei sein, dass man in Deutschland künstlicherweise ähnliche Szenen herbeizuführen trachtete, die in Frankreich Folge einer großen Notwendigkeit waren. Ebenso wenig aber war ich ein Freund herrischer Willkür. Auch war ich vollkommen überzeugt, dass irgendeine große Revolution nie Schuld des Volkes ist, sondern der Regierung. Revolutionen sind ganz unmöglich, sobald die Regierungen fortwährend gerecht und fortwährend wach sind, so dass sie ihnen durch zeitgemäße Verbesserungen entgegenkommen und sich nicht so lange sträuben, bis das Notwendige von unten her erzwungen wird. Weil ich nun aber die Revolutionen hasste, so nannte man mich einen Freund des Bestehenden. Das ist aber ein sehr zweideutiger Titel, den ich mir verbitten möchte. Wenn das Bestehende alles vortrefflich, gut und gerecht wäre, so hätte ich gar nichts dawider. Da aber neben vielem Guten zugleich viel Schlechtes, Ungerechtes und Unvollkommenes besteht, so heißt ein Freund des Bestehenden oft nicht viel weniger als ein Freund, des Veralteten und Schlechten. Die Zeit aber ist in ewigem Fortschreiten begriffen und die menschlichen Dinge haben alle 50 Jahre eine andere Gestalt, so dass eine Einrichtung, die im Jahre 1800 eine Vollkommenheit war, schon im Jahre 1850 vielleicht ein Gebrechen ist. Und wiederum ist für eine Nation nur das Gut, was aus ihrem eigenen Kern und ihrem eigenen allgemeinen Bedürfnis hervorgegangen, ohne Nachäffung einer anderen. Denn was dem einen Volk auf einer gewissen Altersstufe eine wohltätige Nahrung sein kann, erweist sich vielleicht für ein anderes als ein Gift. Alle Versuche, irgendeine ausländische Neuerung einzuführen, Wozu das Bedürfnis nicht im tiefen Kern der eigenen Nation wurzelt, sind daher töricht und alle beabsichtigten Revolutionen solcher Art ohne Erfolg, denn sie sind ohne Gott, der sich von solchen Fuschereien zurückhält. Ist aber ein wirkliches Bedürfnis zu einer großen Reform in einem Volke vorhanden, so ist Gott mit ihm und sie gelingt. Er war sichtbar mit Christus und seinen ersten Anhängern, denn die Erscheinung der neuen Lehre der Liebe war den Völkern ein Bedürfnis. Er war ebenso sichtbar mit Luthern, denn die Reinigung jener durch Pfaffenwesen verunstalteten Lehre war es nicht weniger. Beide genannten großen Kräfte aber waren nicht Freunde des Bestehenden. Vielmehr waren beide lebhaft durchdrungen, dass der alte Sauerteig ausgekehrt werden müsse, und dass es nicht ferner im Unwahren, Ungerechten und Mangelhaften sofort gehen und bleiben könne. Mittwoch, den 5. Mai 1824. Die Papiere, welche die Studien enthalten, die Goethe mit den Schauspielern Wolf und Grüner gemacht, haben mich diese Tage lebhaft beschäftigt und es ist mir gelungen, diese höchst zerstückelten Notizen in eine Art Form zu bringen, so dass daraus etwas entstanden ist, das wohl für den Anfang eines Katechismus für Schauspieler gelten könnte. Ich sprach heute mit Goethe über diese Arbeit und wir gingen die einzelnen Gegenstände durch. Besonders wichtig wollte uns erscheinen, was über die Aussprache und Ablegung von Provinzialismen angedeutet werde. Ich habe in meiner langen Praxis, sagte Goethe, Anfänger aus allen Gegenden Deutschlands kennengelernt. Die Aussprache der Norddeutschen ließ im Ganzen wenig zu wünschen übrig. Sie ist rein und kann in mancher Hinsicht als musterhaft gelten. Dagegen habe ich mit geborenen Schwaben, Österreichern und Sachsen oft meine Not gehabt. Auch Eingeborene unserer lieben Stadt Weimar haben mir viel zu schaffen gemacht. Bei diesen entstehen die lächerlichsten Missgriffe daraus, dass sie in den hiesigen Schulen nicht angehalten werden, das B von P und das D von T durch eine markierte Aussprache stark zu unterscheiden. Man sollte kaum glauben, dass sie B, P, D und T überhaupt für vier verschiedene Buchstaben halten denn sie sprechen nur immer von einem Weichen und einem harten B und von einem Weichen und einem harten D und scheinen dadurch stillschweigend anzudeuten, dass P und T gar nicht existieren. Aus einem solchen Munde klingt denn Pein wie Bein, Pass wie Bass und Deckel wie Deckel. Ein hiesiger Schauspieler, versetzte ich, der das T und D gleichfalls nicht gehörig unterschied, machte in diesen Tagen einen Fehler ähnlicher Art, der sehr auffallend erschien. Er spielte einen Liebhaber, der sich eine kleine Untreue hatte zu Schulden kommen lassen, worüber ihm das erzürnte junge Frauenzimmer allerlei heftige Vorwürfe macht. Ungeduldig hatte er zuletzt auszurufen »O Ende«. Er konnte aber das T von D nicht unterscheiden. Und rief O Ente, O Ente, welches denn ein allgemeines Lachen erregte. Der Fall ist sehr artig, erwiderte Goethe, und verdient wohl in unserem Theaterkatechismus mit aufgenommen zu werden. Eine hiesige junge Sängerin, fuhr ich fort, die das T und D gleichfalls nicht unterscheiden konnte, hatte neulich zu sagen: Ich will dich den Eingeweihten übergeben, da sie aber das T wie D sprach, so klang es, als sagte sie Ich will dich den Eingeweiden übergeben. So hatte neulich, fuhr ich fort, ein hiesiger Schauspieler, der eine Bedientenrolle spielte, einem Fremden zu sagen Mein Herr ist nicht zu Haus, er sitzt im Rate. Da er aber das T von D nicht unterschied, so klang es, als sagte er Mein Herr ist nicht zu Haus, er sitzt im Rade. Auch diese Fälle, sagte Goethe, sind nicht schlecht und wir wollen sie uns merken. So, wenn einer das P und B nicht unterscheidet und ausrufen soll, packe ihn an, aber stattdessen ruft, backe ihn an, so ist es abermals lächerlich. Gleicherweise, fuhr Goethe fort, wird hier das Ü häufig wie I ausgesprochen, wodurch nicht weniger die schändlichsten Missverständnisse veranlasst werden. So habe ich nicht selten statt Küstenbewohner Kistenbewohner, statt Türstück Tierstück, statt gründlich grindlich, statt Trübe Triebe und statt ihr müsst ihr Mist vernehmen müssen, nicht ohne Anwandlung von einigem Lachen. Diese Art, versetzte ich, ist mir neulich im Theater ein sehr spaßhafter Fall vorgekommen, wo eine Dame in einer misslichen Lage einem Manne folgen soll, den sie vorher nie gesehen. Sie hatte zu sagen, ich kenne dich zwar nicht, aber ich setze mein ganzes Vertrauen in den Edelmut deiner Züge. Da sie aber das Ü wie I sprach, so sagte sie, ich kenne dich zwar nicht, aber ich setze mein ganzes Vertrauen in den Edelmut deiner Ziege. Es entstand ein großes Gelächter. Dieser Fall ist abermals gar nicht schlecht, erwiderte Goethe, und wir wollen ihn uns gleichfalls merken. So auch, fuhr er fort, wird hier das G und K häufig miteinander verwechselt und statt G K und statt K G gesprochen wahrscheinlich abermals aus der Ungewissheit, ob ein Buchstabe weich oder hart sei. Eine Folge der hier so beliebten Lehre. Sie werden im hiesigen Theater wahrscheinlich sehr oft Kartenhaus für Gartenhaus, Kasse für Gasse, Glauben für Glauben, Begrenzen für Begrenzen und Kunst für Gunst bereits gehört haben oder noch künftig hören. Etwas Ähnliches erwiderte ich, ist mir allerdings vorgekommen. Ein hiesiger Schauspieler hatte zu sagen, dein Gram geht mir zu Herzen. Er sprach aber das G wie K und sagte sehr deutlich, dein Kram geht mir zu Herzen. Dergleichen Verwechslungen von G und K versetzte Goethe. Hören wir übrigens nicht bloß von Schauspielern, sondern auch wohl von sehr gelehrten Theologen. Mir passierte einst persönlich ein Fall der Art, den ich Ihnen doch erzählen will. Als ich nämlich vor einigen Jahren mich einige Zeit in Jena aufhielt und im Gasthof zur Tanne logierte, ließ sich eines Tages ein Studiosus der Theologie bei mir melden, nachdem er sich eine Weile mit mir ganz hübsch unterhalten, rückte er beim Abschiede gegen mich mit einem Anliegen ganz eigener Art hervor. Er bat mich nämlich, ihm doch am nächsten Sonntag zu erlauben, statt meiner, predigen zu dürfen. Ich merkte sogleich, woher der Wind wehte und dass der hoffnungsvolle Jüngling einer von denen sei, die das G und K verwechseln. Ich erwiderte ihm also mit aller Freundlichkeit, dass ich ihm in dieser Angelegenheit zwar persönlich nicht helfen könne, dass er aber sicher seinen Zweck erreichen würde, wenn er die Güte haben wolle, sich an den Herrn Archidiakonus Köte zu wenden. Dienstag, den 18. Mai 1824. Abends bei Goethe in Gesellschaft mit Riemer. Goethe unterhielt uns von einem englischen Gedicht, das die Geologie zum Gegenstande hat. Er machte uns davon erzählungsweise eine improvisierte Übersetzung mit so vielem Geist, Einbildungskraft und guter Laune, dass jede Einzelheit lebendig vor Augen trat, als wäre alles eine im Moment entstehende Erfindung von ihm selber. Man sah den Helden des Gedichtes, den König Koal, in glänzendem Audienzsaal auf seinem Thron sitzen, seine Gemahlin Pyrites an seiner Seite, in Erwartung der Großen des Reiches. Nach ihrer Rangordnung eintreten, erschienen nach und nach und wurden dem Könige vorgestellt, Herzog Granit, Marquis Schiefer, Gräfin Porphyri und so die übrigen, die alle mit einigen treffenden Beiwörtern und Späßen charakterisiert wurden. Es tritt ferner ein, Sir Lawrence Urkalk, ein Mann von großen Besitzungen und bei Hofe wohl gelitten. Er entschuldigt seine Mutter, die Lady Marmor, weil ihre Wohnung etwas entfernt sei. Übrigens wäre sie eine Dame von großer Kultur- und Politurfähigkeit. Dass sie heute nicht bei Hofe erscheine, hätte übrigens wohl einen Grund in einer Intrige, in welche sie sich mit Canova eingelassen, der ihr sehr schön tue. Tuffstein mit Eidechsen und Fischen sein Haar verziert, schien etwas betrunken. Hans Mergel und Jakob Thon kommen erst gegen das Ende, letzterer der Königin besonders lieb, weil er ihr eine Muschelsammlung versprochen. Und so ging die Darstellung in dem heitersten Tone eine ganze Weile fort, doch war das Detail zu groß, als dass ich mir den weiteren Verlauf hätte merken können. Ein solches Gedichte, sagte Goethe, ist ganz darauf berechnet, die Weltleute zu amüsieren, indem es zugleich eine Menge nützlicher Kenntnisse verbreitet, die eigentlich niemanden fehlen sollten. Es wird dadurch in den höheren Kreisen der Geschmack für die Wissenschaft angeregt, und man weiß immer nicht, wie viel Gutes in der Folge aus einem so unterhaltenen Halbscherz entstehen kann. Mancher gute Kopf wird vielleicht veranlasst, im Kreise seines persönlichen Bereichs selber zu beobachten, und solche individuelle Wahrnehmungen aus der uns umgebenden Nächsten Natur sind oft umso schätzbarer, je weniger der Beobachtende ein eigentlicher Mann vom Fache war. Sie scheinen also andeuten zu wollen, versetzte ich, dass man um so schlechter beobachte, je mehr man wisse. Wenn das überlieferte Wissen mit Irrtümern verbunden, erwiderte Goethe, allerdings Sobald man in der Wissenschaft einer gewissen beschränkten Konfession angehört, ist zugleich jede unbefangene treue Auffassung dahin. Der entschiedene Vulkanist wird immer nur durch die Brille des Vulkanisten sehen, so wie der Neptunist und der Bekenner der neuesten Hebungstheorie durch die Seinige. Die Weltanschauung aller solcher in einer einzigen, ausschließenden Richtung befangenen Theoretiker hat ihre Unschuld verloren. Und die Objekte erscheinen nicht mehr in ihrer natürlichen Reinheit. Geben so dann diese Gelehrten von ihren Wahrnehmungen Rechenschaft, so erhalten wir ungeachtet der höchsten persönlichen Wahrheitsliebe des Einzelnen dennoch keineswegs die Wahrheit der Objekte, sondern wir empfangen die Gegenstände immer nur mit dem Geschmack einer sehr starken subjektiven Beimischung. Weit entfernt aber bin ich zu behaupten, dass ein unbefangenes rechtes Wissen der Beobachtung hinderlich wäre, vielmehr behält die alte Wahrheit ihr Recht, dass wir eigentlich nur Augen und Ohren für das haben, was wir kennen. Der Musiker vom Fach hört beim Zusammenspiel des Orchesters jedes Instrument und jeden einzelnen Ton heraus, während der Nichtkenner in der massenhaften Wirkung des Ganzen befangen ist. So sieht ferner der bloß genießende Mensch nur die anmutige Fläche einer grünen oder blumigen Wiese, während dem beobachtenden Botaniker ein unendliches Detail der verschiedenartigsten einzelnen Pflänzchen und Gräser in die Augen fällt. Doch hat alles sein Maß und Ziel und wie es schon in meinem Götz heißt, dass das Söhnlein vor lauter Gelehrsamkeit seinen eigenen Vater nicht erkennt, so stoßen wir auch in der Wissenschaft auf Leute, die vor lauter Gelehrsamkeit und Hypothesen nicht mehr zum Sehen und Hören kommen. Es geht bei solchen Leuten alles rasch nach innen, sie sind von dem, was sie in sich herumwälzen, so okkupiert, dass es ihnen geht wie einem Menschen in Leidenschaft, der in der Straße seinen liebsten Freunden vorbeirennt, ohne sie zu sehen. Es gehört zur Naturbeobachtung eine gewisse ruhige Reinheit des Innern, das von gar nichts gestört und präokkupiert ist. Dem Kinde entgeht der Käfer an der Blume nicht. Es hat alle seine Sinne für ein einziges, einfaches Interesse beisammen. Und es fällt ihm durchaus nicht ein, dass zu gleicher Zeit etwa auch in der Bildung der Wolken sich etwas Merkwürdiges ereignen könne, um seine Blicke zugleich auch dorthin zu wenden. Da könnten also, erwiderte ich, die Kinder und ihresgleichen recht gute Handlanger in der Wissenschaft abgeben. Wollte Gott, fiel Goethe ein, wir wären alle nichts weiter als gute Handlanger. Eben weil wir mehr sein wollen und überall einen großen Apparat von Philosophie und Hypothesen mit uns herumführen, verderben wir es. Es entstand eine Pause im Gespräch, die Rima unterbrach, indem er den Lord Byron und dessen Tod zur Erwähnung brachte. Goethe machte darauf eine glänzende auseinandersetzung seiner schriften und war voll des höchsten Lobes und der reinsten anerkennung übrigens fuhr er fort obgleich Byron so jung gestorben ist, so hat doch die literatur hinsichtlich einer gehinderten weiteren ausdehnung nicht wesentlich verloren. Byron konnte gewissermaßen nicht weiter gehen er hatte den Gipfel seiner schöpferischen kraft erreicht. Und was er auch in der Folge noch gemacht haben würde, so hätte er doch die seinem Talent gezogenen Grenzen nicht erweitern können. In dem unbegreiflichen Gedicht seines jüngsten Gerichts hat er das Äußerste getan, was er zu tun fähig war. Das Gespräch lenkte sich sodann auf den italienischen Dichter Torquato Tasso und wie sich dieser zu Lord Byron verhalte, wo denn Goethe die große Überlegenheit des Engländers an Geist, Welt und produktiver Kraft nicht verhehlen mochte. Man darf, fügt er hinzu, beide Dichter nicht miteinander vergleichen, ohne den einen durch den anderen zu vernichten. Byron ist der brennende Dornbusch, der die heilige Zeder des Libanon in Asche legt. Das große Epos des Italieners hat seinen Ruhm durch Jahrhunderte behauptet. Aber mit einer einzigen Zeile des Don Juan könnte man das ganze befreite Jerusalem vergiften. Mittwoch, den 26. Mai 1824. Ich nahm heute Abschied von Goethe, um meine Lieben in Hannover und sodann den Rhein zu besuchen, wie es längst meine Absicht gewesen. Goethe war sehr herzlich und schloss mich in seine Arme. Wenn Sie in Hannover bei Rehberg, sagte er, vielleicht meine alte Jugendfreundin Charlotte Kästner sehen, so sagen Sie ihr Gutes von mir. In Frankfurt werde ich Sie meinen Freunden Willemers, dem Grafen Reinhardt und Schlossers empfehlen. Auch in Heidelberg und Bonn finden Sie Freunde, die mir treu ergeben sind und bei denen Sie die beste Aufnahme finden werden. Ich hatte vor diesen Sommer wieder einige Zeit, den Marienbad zuzubringen, noch werde ich nicht eher gehen, als bis Sie zurück sind. Der Abschied von Goethe ward mir schwer, doch ging ich mit der festen Zuversicht, ihn nach zwei Monaten gesund und froh wiederzusehen. Indessen war ich am andern Tage glücklich, als der Wagen mich meiner lieben Hanöverschen Heimat entgegenführte, nach der meine innigste Sehnsucht fortwährend gerichtet ist. 1825 Dienstag, den 22. März 1825. Diese Nacht, bald nach zwölf Uhr, wurden wir durch Feuerlärm geweckt. Man rief es brenne im Theater. Ich warf mich sogleich in meine Kleider und eilte an Ort und Stelle. Die allgemeine Bestürzung war groß. Noch vor wenigen Stunden waren wir durch das treffliche Spiel von La Roche im Juden von Cumberland entzückt worden, und Seidel hatte durch gute Laune und Späße allgemeines Lachen erregt. Und jetzt raste an dieser selbigen Stelle kaum genossener geistiger Freuden das schrecklichste Element der Vernichtung. Das Feuer schien durch Heizung veranlasst, im Parterre ausgebrochen zu sein, hatte bald die Bühne und das dürre Lattenwerk der Kulissen ergriffen und so durch die reichlichste Nahrung brennbarer Stoffe schnell zum Ungeheuer erwachsen. Dauerte es nicht lange, bis die Flamme überall zum Dache herausschlug und die Sparren zusammenkrachten. In den Anstalten zum Löschen war kein Mangel. Das Gebäude war nach und nach ganz mit Spritzen umstellt, die eine Unmasse von Wasser in die Glut gossen. Allein, es war alles ohne Erfolg. Die Flamme raste nach wie vor aufwärts und trieb unerschöpflich eine Masse glühender Funken und brennende Stücke leichter Stoffe gegen den dunklen Himmel, die so dann mit geringem Lufthauche seitwärts über die Stadt zogen. Der Lärm und das Rufen und Schreien der an den Feuerleitern und Spritzen arbeitenden Menschenmasse war groß, alle Kräfte waren in Aufregung, man schien mit Gewalt siegen zu wollen. Ein wenig seitwärts, so nahe die Glut es erlaubte, stand ein Mann im Mantel und Militärmütze, in der ruhigsten Fassung eine Zigarre rauchend. Er schien beim ersten Anblick ein müßiger Zuschauer zu sein, allein er war es nicht. Personen gingen von ihm aus, denen er mit wenigen Worten Befehle erteilte, die sogleich vollzogen wurden. Es war der Großherzog Karl August. Er hatte bald gesehen, daß das Gebäude selbst nicht zu retten war. Er befahl daher, es in sich zusammenstürzen und alle nur entbehrlichen Spritzen gegen die Nachbarhäuser zu wenden, die von der nahen Glut sehr zu leiden hatten. Er schien in fürstlicher Resignation zu denken, das brenne nieder, schöner baut sich's wieder auf. Er hatte nicht Unrecht, das Theater war alt, keineswegs schön und lange nicht geräumig genug, um ein sich mit jedem Jahr vergrößernes Publikum zu fassen. Allein immerhin war es zu bedauern, gerade dieses Gebäude, an das sich für Weimar so viele Erinnerungen einer großen und lieben Vergangenheit knüpften, rettungslos verloren zu sehen. Ich sah in schönen Augen viele Tränen, die seinem Untergange flossen, nicht weniger rührte mich ein Mitglied der Kapelle. Er weinte um seine verbrannte Geige. Als der Tag anbrach, sah ich viele bleiche Gesichter, ich bemerkte verschiedene junge Mädchen und Frauen der höheren Stände, die den Verlauf des Brandes die ganze Nacht abgewartet hatten und nun in der kalten Morgenluft einiges Fröstel verspürten ich ging nach hause um ein wenig zu ruhen dann im laufe des vormittags zu goethe der bediente sagte mir er sei unwohl und im bette doch ließ goethe mich in seine nähe rufen er streckte mir seine hand entgegen wir haben alle verloren sagte er allein was ist zu tun mein wölfchen kam diesen morgen früh an mein bett er faßte meine hand und indem er mich mit großen augen ansah sagte er so geht's den Menschen. Was lässt sich weiter sagen als dieses Wort meines lieben Wolf, womit er mich zu trösten suchte. Der Schauplatz meiner fast dreißigjährigen liebevollen Mühe liegt in Schutt und Trümmer. Allein wie Wolf sagt, so geht's den Menschen. Ich habe die ganze Nacht wenig geschlafen. Ich sah aus meinen vorderen Fenstern die Flamme unaufhörlich gegen den Himmel steigen, Sie mögen denken, dass mir mancher Gedanke an die alten Zeiten, an meine vieljährigen Wirkungen mit Schiller und an das Herankommen und Wachsen manches lieben Zöglings durch die Seele gegangen ist und dass ich nicht ohne einige innere Bewegung davon gekommen bin. Ich denke mich daher heute auch ganz weislich zu Bette zu halten. Ich lobte ihn wegen seiner Vorsicht. Doch schien er mir nicht im geringsten schwach und angegriffen, vielmehr ganz behaglich und heiterer Seele. Es schien mir vielmehr dieses im Bette liegen eine alte Kriegslist zu sein, die er bei irgendeinem außerordentlichen Ereignis anzuwenden pflegt, wo er den Zudrang vieler Besucher fürchtet. Goethe bat mich, auf einem Stuhl vor seinem Bett Platz zu nehmen und ein wenig da zu bleiben. Ich habe viel an euch gedacht und euch bedauert, sagte er. Was wollt ihr nun mit euren Abenden anfangen? Sie wissen, erwiderte ich, wie leidenschaftlich ich das Theater liebe. Als ich vor zwei Jahren hierher kam, kannte ich außer drei bis vier Stücken, die ich in Hannover gesehen, so gut wie gar nichts. Nun war mir alles neu, personal wie Stücke, und da ich nun nach Ihrem Rat mich ganz den Eindrücken der Gegenstände hingab, ohne darüber viel denken und reflektieren zu wollen, so kann ich in Wahrheit sagen, dass ich diese beiden Winter im Theater die harmlosesten, lieblichsten Stunden verlebt habe, die mir je zuteil geworden. Auch war ich in das Theater so vernarrt, daß ich nicht allein keine Vorstellung versäumte, sondern mir auch Zutritt zu den Proben verschaffte. Ja, auch damit noch nicht zufrieden, konnte ich wohl am Tage, wenn ich im Vorbeigehen zufällig die Türen offen fand, mich halbe Stunden lang auf die leeren Bänke des Parterres setzen und mir Szenen imaginieren, die man etwa jetzt spielen könnte ja seid eben ein verrückter mensch erwiderte goethe lachend aber so hab ich's gerne wollte gott das ganze publikum bestände aus solchen kindern und im grunde habt ihr recht es ist was wer nicht ganz verwöhnt und hinlänglich jung ist findet nicht leicht einen ort wo es ihm so wohl sein könnte als im theater man macht an euch gar keine Ansprüche, ihr braucht den Mund nicht aufzutun, wenn ihr nicht wollt, vielmehr sitzt ihr im völligen Behagen wie ein König und lasst euch alles bequem vorführen und euch Geist und Sinne traktieren, wie ihr es nur wünschen könnt. Da ist Poesie, da ist Malerei, da ist Gesang und Musik, da ist Schauspielkunst und was nicht noch alles. Wenn alle diese Künste und Reize von Jugend und Schönheit an einem einzigen Abend, und zwar auf bedeutender Stufe zusammenwirken, so gibt es ein Fest, das mit keinem anderen zu vergleichen. Wäre aber auch einiges schlecht und nur einiges gut, so ist es immer noch mehr, als ob man zum Fenster hinaussehe oder in irgendeiner geschlossenen Gesellschaft beim Dampf von Zigarren eine Partie Whist spielte. Das weimarische Theater ist, wie Sie fühlen, noch keineswegs zu verachten. Es ist immer noch ein alter Stamm aus unserer besten Zeit da, dem sich neuere, frische Talente zugebildet haben, und wir können immer noch etwas produzieren, das reizt und gefällt und wenigstens den Schein eines ganzen bietet. Ich hätte es vor zwanzig, dreißig Jahren sehen mögen, versetzte ich. Das war freilich eine Zeit, erwiderte Goethe, die uns mit großen Avantagen zu Hilfe kam. Denken Sie sich, dass die langweilige Periode des französischen Geschmacks damals noch nicht gar lange vorbei und das Publikum noch keineswegs überreizt war, dass Shakespeare noch in seiner ersten Frische wirkte, dass die Opern von Mozart jung, und endlich, dass die Schillerschen Stücke erst von Jahr zu Jahr hier entstanden und auf dem Weimarischen Theater durch ihn selber einstudiert, in ihrer ersten Glorie gegeben wurden. Und Sie können sich vorstellen, dass mit solchen Gerichten alte und junge zu traktieren waren und dass wir immer ein dankbares Publikum hatten. Ältere Personen, bemerkte ich, die jene Zeit erlebt haben, können äh, mir nicht genug rühmen, auf welcher Höhe das Weimarische Theater damals gestanden. Ich will nicht leugnen, erwiderte Goethe, es war etwas. Die Hauptsache aber war dieses, dass der Großherzog mir die Hände durchaus frei ließ und ich schalten und machen konnte, wie ich wollte. Ich sah nicht auf prächtige Dekorationen oder eine glänzende Garderobe, aber ich sah auf gute Stücke. Von der Tragödie bis zur Posse, mir war jedes Genre recht, aber ein Stück mußte etwas sein, um Gnade zu finden. Es mußte groß und tüchtig, heiter und graziös, auf alle Fälle aber gesund sein und einen gewissen Kern haben. Alles krankhafte, schwache, weinerliche und sentimentale, sowie alles schreckliche, greuelhafte und die gute Sitte verletzende, war ein für allemal ausgeschlossen. Ich hätte gefürchtet, Schauspieler und Publikum damit zu verderben. Durch die guten Stücke aber hob ich die Schauspieler, denn das Studium des Vortrefflichen und die fortwährende Ausübung des Vortrefflichen musste notwendig aus einem Menschen, den die Natur nicht im Stich gelassen, etwas machen. Auch war ich mit den Schauspielern in beständiger persönlicher Berührung. Ich leitete die Leseproben und machte jedem seine Rolle deutlich. Ich war bei den Hauptproben gegenwärtig und besprach mit ihnen, wie etwas besser zu tun. Ich fehlte nicht bei den Vorstellungen und bemerkte am anderen Tage alles, was mir nicht recht erschien. Dadurch brachte ich sie in ihrer Kunst weiter. Aber ich suchte auch den ganzen Stand in der Äußern Achtung zu heben, indem ich die Besten und Hoffnungsvollsten in meine Kreise zog und dadurch der Welt zeigte, dass ich sie eines geselligen Verkehrs mit mir wertachte. Hierdurch geschah aber, dass auch die übrige höhere weimarische Gesellschaft hinter mir nicht zurückblieb und dass Schauspieler und Schauspielerinnen in die besten Zirkel bald einen ehrenvollen Zutritt gewannen. Durch alles musste für sie eine große, innere wie äußere Kultur hervorgehen. Meine Schüler Wolf in Berlin sowie unser Durand sind Leute von dem feinsten geselligen Takt. Herr Oels und Graf haben hinreichende höhere Bildung, um der besten Gesellschaft Ehre zu machen. Schiller verfuhr in demselbigen Sinne wie ich. Er verkehrte mit Schauspielern und Schauspielerinnen sehr viel, er war gleich mir bei allen Proben gegenwärtig, und nach jeder gelungenen Vorstellung von einem seiner Stücke pflegte er sie zu sich einzuladen und sich mit ihnen einen guten Tag zu machen. Man freute sich gemeinsam an dem, was gelungen, und besprach über das, was etwa das nächste Mal besser zu tun sei. Aber schon als Schiller bei uns eintrat, fand er Schauspieler wie Publikum bereits im hohen Grade gebildet vor, und es ist nicht zu leugnen, dass es dem raschen Erfolg seiner Stücke zugute kam es machte mir viele freude goethe so ausführlich über einen gegenstand sprechen zu hören der für mich immer ein großes interesse hatte und der besonders durch das unglück dieser nacht bei mir oben auf war der heutige brand des hauses sagte ich in welchem sie und schiller eine lange reihe von jahren so viel gutes gewirkt beschließt gewissermaßen auch äußerlich eine große epoche die für weimar so bald nicht zurückkommen dürfte Sie müssen doch in jener Zeit bei Ihrer Leitung des Theaters und bei dem außerordentlichen Erfolg, den es hatte, viele Freude erlebt haben. Auch nicht geringe Last und Not, erwiderte Goethe mit einem Seufzer. Es mag schwer sein, sagte ich, ein so vielköpfiges Wesen in gehöriger Ordnung zu halten. Sehr viel, erwiderte Goethe, ist zu erreichen durch Strenge, mehr durch Liebe, das meiste aber durch Einsicht und eine unparteiische Gerechtigkeit, bei der kein Ansehen der Person gilt. Ich hatte mich vor zwei Feinden zu hüten, die mir hätten gefährlich werden können. Das eine war meine leidenschaftliche Liebe des Talents, das leicht in den Fall kommen konnte, mich parteiisch zu machen. Das andere will ich nicht aussprechen, aber Sie werden es erraten. Es fehlte bei unserem Theater nicht an Frauenzimmern, die schön und jung und dabei von großer Anmut der Seele waren. Ich fühlte mich zu mancher leidenschaftlich hingezogen. Auch fehlte es nicht, dass man mir auf halbem Wege entgegenkam. Allein ich faßte mich und sagte, nicht weiter. Ich kannte meine Stellung und wusste, was ich ihr schuldig war. Ich stand hier nicht als Privatmann, sondern als Chef einer Anstalt, deren Gedeihen mir mehr galt als mein augenblickliches persönliches Glück. Hätte ich mich in irgendein Liebeshandel eingelassen, so würde ich geworden sein wie ein Kompass, der unmöglich recht zeigen kann, wenn er einen einwirkenden Magneten an seiner Seite hat. Dadurch aber, dass ich mich durchaus rein erhielt und immer Herr meiner selbst blieb, blieb ich auch Herr des Theaters und es fehlte mir nie die nötige Achtung, ohne welche jede Autorität sehr bald dahin ist. Dieses Bekenntnis Goethes war mir sehr merkwürdig. Ich hatte bereits von anderen etwas Ähnliches über ihn vernommen und freute mich jetzt aus seinem eigenen Munde die Bestätigung zu hören. Ich liebte ihn mehr als je und verließ ihn mit einem herzlichen Händedruck. Ich ging nach der Brandstelle zurück, wo aus dem großen Trümmerhaufen noch Flammen und Qualmsäulen emporstiegen. Man war noch fortwährend mit Löschen und Auseinanderzerren beschäftigt. Ich fand in der Nähe angebrannte Stücke einer geschriebenen Rolle. Es waren Stellen aus Goethes Tasso. Donnerstag, den 24. März 1825. Bei Goethe zu Tisch der Verlust des Theaters bildete fast den ausschließlichen Gegenstand des Gesprächs. Frau von Goethe und Fräulein Ulrike lebten in Erinnerung glücklicher Stunden, die sie in dem alten Haus genossen. Sie hatten sich aus dem Schutt einige Reliquien gesucht, die sie für unschätzbar hielten, es war aber am Ende weiter nichts übrig als einige Steine und angebrannte Stücke einer Tapete. Aber diese Stücke sollten gerade von der Stelle sein, wo sie auf dem Balkon ihre Plätze gehabt. Die Hauptsache ist, sagte Goethe, dass man sich schnell fasse und sich so schnell als möglich wieder einrichte. Ich würde schon in nächster Woche wieder spielen lassen. Im Fürstenhause oder im großen Saal des Stadthauses gleich viel. Nur darf keine zu lange Pause eintreten, damit das Publikum für seine langweiligen Abende sich nicht erst andere Ressourcen suche. Aber von Dekorationen ist ja so gut wie gar nichts gerettet, bemerkte man. Es bedarf keiner vielen Dekorationen, erwiderte Goethe, auch bedarf es keiner großen Stücke, auch ist gar nicht nötig, dass man ein Ganzes gebe, noch weniger ein großes Ganze. Die Hauptsache ist, dass man Sachen wähle, bei denen kein großer Ortswechsel stattfindet. Irgendein einaktiges Lustspiel oder eine einaktige Posse oder Operette. Dann irgendeine Arie, irgendein Duett, irgendein Finale einer beliebten Oper, und ihr werdet schon ganz passabel zufrieden sein. Es ist nur, dass der April leidlich vorübergehe. Im Mai habt ihr schon die Sänger des Waldes. Indessen. Fuhr Goethe fort, werdet ihr das Schauspiel haben, im Laufe der Sommermonate ein neues Haus hervorsteigen zu sehen? Dieser Brand ist mir sehr merkwürdig. Ich will euch nur verraten, dass ich die langen Abendstunden des Winters mich mit Caudry beschäftigt habe, den Riss eines für Weimar passenden neuen, sehr schönen Theaters zu machen. Wir hatten uns von einigen der vorzüglichsten deutschen Theater Grund und Durchschnittsrisse kommen lassen, und indem wir daraus das Beste benutzten und das uns fehlerhaft scheinende vermieden, haben wir einen Riss zustande gebracht, der sich wird können sehen lassen. Sobald der Großherzog ihn genehmigt, kann mit dem Bau begonnen werden, und es ist eine Kleinigkeit, dass dieses Unheil uns sehr merkwürdigerweise so durchaus vorbereitet findet. Wir begrüßten diese Nachricht Goethes mit großer Freude. In dem alten Hause, fuhr Goethe fort, war für den Adel gesorgt durch den Balkon und für die dienende Klasse und jungen Handwerker durch die Galerie. Die große Zahl des wohlhabenden und vornehmen Mittelstandes aber war oft übel dran. Denn wenn bei gewissen Stücken das Parterre durch die Studenten eingenommen war, so wussten jene nicht wohin. Die paar kleinen Logen hinter dem Parterre und die wenigen Bänke des Parketts waren nicht hinreichend. Jetzt haben wir besser gesorgt. Wir lassen eine ganze Reihe Logen um das Parterre laufen und bringen zwischen Balkon und Galerie noch eine Reihe Logen zweiten Ranges. Dadurch gewinnen wir sehr viel Platz, ohne das Haus sonderlich zu vergrößern. Wir freuten uns dieser Nachricht und lobten Goethe, dass er es so gut mit dem Theater und Publikum im Sinne habe. Um auch meinerseits für das hübsche künftige Theater etwas zu tun, ging ich nach Tisch mit meinem Freunde Robert Dolan nach Oberweimar, wo wir in der dortigen Schenke bei einer Tasse Kaffee anfingen, nach der Esipile des Metastasio einen Operntext zu bilden. Unser erstes war vor allen Dingen den Komödienzettel zu schreiben und das Stück mit den beliebtesten Sängern und Sängerinnen des Weimarischen Theaters zu besetzen. Große Freude machte uns dies, es war fast, als säßen wir schon wieder vor dem Orchester, dann fingen wir wirklich in allem Ernste an und vollendeten einen großen Teil des ersten Aktes. Sonntag, den 27. März 1825 bei Goethe zu Tisch, in größerer Gesellschaft, er zeigte uns den Riss des neuen Theaters. Es war so, wie er uns vor einigen Tagen gesagt hatte, der Riss versprach sowohl für das Äußere als das Innere ein sehr schönes Haus. Es ward bemerkt, dass ein so hübsches Theater auch schöne Dekorationen und bessere Anzüge als bisher verlange, auch war man der Meinung, dass auch das Personal anfange nach und nach lückenhaft zu werden und dass sowohl für das Schauspiel als die Oper einige ausgezeichnete junge Mitglieder müssten engagiert werden. Zugleich aber verhielte man sich nicht, dass alles dieses mit einem bedeutenden Kostenaufwand verbunden sei, wozu die bisherigen Mittel der Kasse nicht reichen dürften. Ich weiß recht gut, fiel Goethe ein, man wird unter dem Vorwand, die Kasse zu schonen, einige Persönchen engagieren, die nicht viel kosten. Aber man denke nur nicht, mit solchen Maßregeln der Kasse zu nützen. Nichts schadet der Kasse mehr, als in solchen wesentlichen Dingen sparen zu wollen. Man muss daran denken, jeden Abend ein volles Haus zu bekommen. Und da tut ein junger Sänger, eine junge Sängerin, ein tüchtiger Held und eine tüchtige junge Heldin von ausgezeichnetem Talent und einiger Schönheit sehr viel. Ja stände ich noch an der Spitze der Leitung, ich würde jetzt zum Besten der Kasse noch einen Schritt weitergehen, und ihr solltet erfahren, dass mir das nötige Geld nicht ausbliebe. Man fragte Goethe, was er zu tun im Sinn habe. Ein ganz einfaches Mittel würde ich anwenden, erwiderte er. Ich würde auch die Sonntage spielen lassen, Dadurch hätte ich die Einnahme von wenigstens vierzig Theaterabenden mehr, und es müsste schlimm sein, wenn die Kasse dabei nicht jährlich zehn bis 15.000 Taler gewinnen sollte. Diesen Ausweg fand man sehr praktisch. Es kam zur Erwähnung, dass die große arbeitende Klasse, die an den Wochentagen gewöhnlich bis spät in die Nacht beschäftigt sei, den Sonntag als einzigen Erholungstag habe, wo sie denn das edlere Vergnügen des Schauspiels, dem Tanz und Bier, in einer Dorfschenke sicher vorziehen würde. Auch war man der Meinung, dass sämtliche Pächter und Gutsbesitzer sowie die Beamten und wohlhabenden Einwohner der kleinen Städte in der Umgebung den Sonntag als einen erwünschten Tag ansehen würden, um in das weimarische Theater zu fahren. Auch sei bisher der Sonntagabend in Weimar für jeden, der nicht an den Hof gehe oder nicht Mitglied eines glücklichen Familienkreises oder einer geschlossenen Gesellschaft sei, sehr schlimm und langweilig, denn der Einzelne wisse nicht wohin. Und doch mache man Ansprüche, als müsse am Abend eines Sonntags sich irgendein Ort finden lassen, wo es einem wohl sei und man die Plage der Woche vergesse. Goethes Gedanken, auch die Sonntage spielen zu lassen, wie es in den übrigen deutschen Städten üblich, fand also die vollkommenste Zustimmung und ward als ein sehr glücklicher begrüßt. Nun erhob sich ein leiser Zweifel, ob es auch dem Hofe recht sein würde. Der weimarische Hof, erwiderte Goethe, ist zu gut und weise, als dass er eine Maßregel hindern sollte, die zum Wohl der Stadt und einer bedeutenden Anstalt gereicht. Der Hof wird gewiß gerne das kleine Opfer bringen und seine Sonntagssoareen auf einen andern Tag verlegen. Wäre dies aber nicht annehmlich, so gäbe es ja für die Sonntage Stücke genug, die der Hof ohne dies nicht gerne sieht, die aber für das eigentliche Volk durchaus geeignet sind und ganz trefflich die Kasse füllen. Das Gespräch wendete sich auf die Schauspieler und es ward über den Gebrauch und Missbrauch ihrer Kräfte sehr viel hin und wieder geredet. Ich habe in meiner langen Praxis, sagte Goethe, als Hauptsache gefunden, dass man nie ein Stück oder gar eine Oper einstudieren lassen solle, wovon man nicht einen guten Success auf Jahre hin mit einiger Bestimmtheit voraussieht. Niemand bedenkt hinreichend das Aufgebot von Kräften, die das Einstudieren eines fünfaktigen Stückes oder gar einer Oper von gleicher Länge in Anspruch nimmt. Ja, ihr Lieben, es gehört viel dazu, ehe ein Sänger eine Partie durch alle Szenen und Akte durchaus innehabe, und sehr viel, ehe die Chöre gehen, wie sie gehen müssen. Es kann mich gelegentlich ein Grauen überfallen, wenn ich höre, wie leichtsinnig man oft den Befehl zum Einstudieren einer Oper gibt, von deren Success man eigentlich durchaus nichts weiß, und wovon man nur durch einige sehr unsichere Zeitungsnachrichten gehört hat da wir in deutschland schon ganz leidliche posten besitzen ja sogar anfangen schnell posten zu bekommen so würde ich bei der nachricht von irgendeiner auswärts gegebenen und gepriesenen neuen oper den regisseur oder ein anderes zuverlässiges mitglied der bühne an ort und stelle schicken damit er sich durch seine persönliche gegenwart bei einer wirklichen aufführung überzeuge inwiefern die gepriesene neue oper gut und tüchtig und inwiefern unsere Kräfte dazu hinreichen oder nicht. Die Kosten einer solchen Reise kommen gar nicht in Betracht im Vergleich der enormen Vorteile, die dadurch erreicht und der unseligen Missgriffe, die dadurch verhütet werden. Und dann ist einmal ein gutes Stück oder eine gute Oper einstudiert. So soll man sie in kurzen Zwischenpausen so lange hintereinander geben, als sie irgend zieht und irgend das Haus füllt dasselbe gilt von einem guten älteren Stück oder einer guten älteren Oper, die vielleicht seit Jahr und Tag geruht hat und nun gleichfalls eines nicht ganz geringen erneuten Studiums bedurfte, um wieder mit Success gegeben werden zu können. Eine solche Vorstellung soll man in kurzen Zwischenpausen gleichfalls so oft wiederholen, als das Publikum irgend sein Interesse daran zu erkennen gibt. Die Sucht, immer etwas Neues haben und ein mit unsäglicher Mühe einstudiertes gutes Stück oder Oper nur einmal, höchstens zweimal sehen zu wollen, oder auch zwischen solchen Wiederholungen lange Zeiträume von sechs bis acht Wochen verstreichen zu lassen, wo denn immer wieder ein neues Studium nötig wird, ist ein wahrer Verderb des Theaters und ein Missbrauch der Kräfte des ausübenden Personals, der gar nicht zu verzeihen ist. Goethe schien diese Angelegenheit so wichtig zu halten, und sie schien ihm so sehr am Herzen zu liegen, dass er darüber in eine Wärme geriet, wie sie ihn bei seiner großen Ruhe selten anwandelt. In Italien, fuhr Goethe fort, gibt man eine und dieselbige Oper vier bis sechs Wochen lang jeden Abend, und die italienischen großen Kinder verlangen darin keineswegs eine Änderung, der gebildete Pariser sieht die klassischen Stücke seiner großen Dichter so oft, dass er sie auswendig weiß und für die Betonung einer jeden Silbe ein geübtes Ohr hat. Hier in Weimar hat man mir wohl die Ehre erzeigt, meine Iphigenie und mein Tasso zu geben, allein wie oft? Kaum alle drei bis vier Jahre einmal. Das Publikum findet sie langweilig. Sehr begreiflich, die Schauspieler sind nicht geübt, die Stücke zu spielen, und das Publikum ist nicht geübt, sie zu hören. Würden die Schauspieler durch öftere Wiederholungen sich in ihre Rolle so hineinspielen, dass die Darstellung ein Leben gewönne, als wäre es nicht eingelernt, sondern als entquölle alles aus ihrem eigenen Herzen, so würde das Publikum sicher auch nicht ohne Interesse und ohne Empfindung bleiben. Ich hatte wirklich einmal den Wahn, als sei es möglich, ein deutsches Theater zu bilden. Ja, ich hatte den Wahn, als könnte ich selber dazu beitragen und als könne ich zu einem solchen Bau einige Grundsteine legen. Ich schrieb meine Iphigenie und mein Tasso und dachte in kindischer Hoffnung, so würde es gehen. Allein es regte sich nicht und rührte sich nicht und blieb alles wie zuvor. Hätte ich Wirkung gemacht und Beifall gefunden, so würde ich euch ein ganzes Dutzend Stücke wie die Iphigenie und den Tasso geschrieben haben. An Stoff war kein Mangel. Allein, wie gesagt, es fehlten die Schauspieler, um dergleichen mit Geist und Leben darzustellen, und es fehlte das Publikum, dergleichen mit Empfindung zu hören und aufzunehmen. Mittwoch den 30. März 1825. Abends großer Tee bei Goethe, wo ich außer den hiesigen jungen Engländern auch einen jungen Amerikaner fand. Auch hatte ich die Freude, Gräfin Julie von Eglaufstein zu sehen und mit ihr allerlei gute Unterhaltung zu führen. Mittwoch den 6. April 1825. Man hatte Goethes Rat befolgt und spielte heute Abend zuerst im großen Saale des Stadthauses, und zwar gab man kleine Sachen und Bruchstücke, wie das beschränkte Lokal und der Mangel an Dekorationen es bedingte, die kleine Oper Das Hausgesinde gelang vollkommen so gut wie im Theater, sodann ein beliebtes Quartett aus der Oper Graf von Gleichen von Eberwein ward mit entschiedenem Beifall aufgenommen. Unser erster Tenor, Herr Moltke, sang darauf ein oft vernommenes Lied aus der Zauberflöte, worauf nach einer Pause das große Finale des ersten Aktes von Don Juan mächtig eintrat und so dieses heutige erste Surrogat eines Abends im Theater grandios und würdig beschloss. Sonntag, den 10. April 1825 bei Goethe zu Tisch. Ich habe Euch die gute Nachricht zu vermelden, sagte er, dass der Großherzog unseren Riss des neuen Theaters genehmigt hat und dass mit Legung des Grundes ungesäumt begonnen wird. Ich war über diese Eröffnung sehr froh. Wir hatten mit allerlei Gegenwirkungen zu kämpfen, fuhr Goethe fort, allein wir sind zuletzt glücklich durchgedrungen. Wir haben dabei sehr viel dem Geheimen Rat Schweizer zu verdanken, der, wie sich von ihm erwarten ließ, mit tüchtiger Gesinnung treu auf unserer Seite stand. Der Riss ist vom Großherzog eigenhändig unterschrieben und erleidet nunmehr keine weitere Änderung. Freut euch also, denn ihr bekommt ein sehr gutes Theater. Donnerstag, den 14. April 1825 Abends bei Goethe. Da unsere Gespräche über Theater und Theaterleitung einmal an der Zeit waren, so fragte ich ihn, nach welchen Maximen er bei der Wahl eines neuen Mitglieds verfahren. Ich könnte es kaum sagen, erwiderte Goethe, ich verfuhr sehr verschieden, ging dem neuen Schauspieler ein bedeutender Ruf voran, so ließ ich ihn spielen und sah, wie er sich zu den anderen passe ob seine Art und Weise unser Ensemble nicht störe und ob durch ihn überhaupt bei uns eine Lücke ausgefüllt werde. War es aber ein junger Mensch, der zuvor noch keine Bühne betreten, so sah ich zunächst auf seine Persönlichkeit, ob ihm etwas für sich einnehmendes, Anziehendes innewohne und vor allen Dingen, ob er sich in der Gewalt habe. Denn ein Schauspieler, der keine Selbstbeherrschung besitzt, und sich einem Fremden gegenüber nicht so zeigen kann, wie er es für sich am günstigsten hält, hat überhaupt wenig Talent. Sein ganzes Metier verlangt ja ein fortwährendes Verleugnen seiner selbst und ein fortwährendes Eingehen und Leben in einer fremden Maske. Wenn mir nun sein Äußeres und sein Benehmen gefiel, so ließ ich ihn lesen, um sowohl die Kraft und den Umfang seines Organs als auch die Fähigkeiten seiner Seele zu erfahren. Ich gab ihm etwas Erhabenes eines großen Dichters, um zu sehen, ob er das wirklich Große zu empfinden und auszudrücken fähig, dann etwas Leidenschaftliches, Wildes, um seine Kraft zu prüfen dann ging ich wohl zu etwas klar verständigem, geistreichen, ironischen, witzigen über, um zu sehen, wie er sich bei solchen Dingen benehme und ob er hinlängliche Freiheit des Geistes besitze. Dann gab ich ihm etwas, worin der Schmerz eines verwundeten Herzens, das Leiden einer großen Seele dargestellt war, damit ich erführe, ob er auch den Ausdruck des Rührenden in seiner Gewalt habe. Genügte er mir nun in allen diesen mannigfaltigen Richtungen, so hatte ich gegründete Hoffnung, aus ihm einen sehr bedeutenden Schauspieler zu machen. War er in einigen Richtungen entschieden besser als in anderen, so merkte ich mir das Fach, für welches er sich vorzugsweise eigne. Auch kannte ich jetzt seine schwachen Seiten und suchte bei ihm vor allen dahin zu wirken, dass er diese stärke und ausbilde bemerkte ich Fehler des Dialekts und sogenannte Provinzialismen, so drang ich darauf, dass er sie ablege und empfahl ihm zu geselligem Umgang und mit freundlicher Übung ein Mitglied der Bühne, das davon durchaus frei war. Dann fragte ich ihn, ob er tanzen und fechten könne, und wenn dieses nicht der Fall, so übergab ich ihn auf einige Zeit dem Tanz und Fechtmeister. War er nun so weit, um auftreten zu können, so gab ich ihm zunächst solche Rollen, die seiner Individualität gemäß waren, und ich verlangte vorläufig nichts weiter, als dass er sich selber spiele. Erschien er mir nun etwas zu feuriger Natur, so gab ich ihm phlegmatische. Erschien ihm mir aber zu ruhig und langsam, so gab ich ihm feurige, rasche Charaktere, damit er lernte, sich selber abzulegen. Und in eine fremde Persönlichkeit einzugehen. Die Unterhaltung wendete sich auf die Besetzung von Stücken, wobei Goethe unter anderem folgendes aussprach, welches mir merkwürdig erschien. Es ist ein großer Irrtum, sagte er, wenn man denkt, ein mittelmäßiges Stück auch mit mittelmäßigen Schauspielern besetzen zu können ein Stück zweiten, dritten Ranges kann durch Besetzung mit Kräften ersten Ranges unglaublich gehoben und wirklich zu etwas Gutem werden. Wenn ich aber ein Stück zweiten, dritten Ranges auch mit Schauspielern zweiten, dritten Ranges besetze, so wundert man sich nicht, wenn die Wirkung vollkommen null ist. Schauspieler sekundärer Art sind ganz vortrefflich in großen Stücken. Sie wirken dann wie in einem Gemälde, wo die Figuren im Halbschatten ganz herrliche Dienste tun, um diejenigen, welche das volle Licht haben, noch mächtiger erscheinen zu lassen. Sonnabend, den 16. April 1825 Bei Goethe zu Tisch mit Dalton, dessen Bekanntschaft ich vorigen Sommer in Bonn gemacht – und welchen wiederzusehen, ich große Freude hatte. Delton ist ganz ein Mann nach Goethes Sinne. Auch findet zwischen beiden ein sehr schönes Verhältnis statt. In seiner Wissenschaft erscheint er von großer Bedeutung, so dass Goethe seine Äußerungen wert hält und jedes seiner Worte beachtet. Dabei ist Dalton ein Mensch liebenswürdig, geistreich und von einer Redegabe und einer Fülle hervorquellender Gedanken, dass er wohl wenige seinesgleichen hat und man nicht satt wird ihm zuzuhören. Goethe, der in seinen Bestrebungen, die Natur zu ergründen, gern das All umfassen möchte, steht gleichwohl gegen jeden einzelnen Naturforscher von Bedeutung, der ein ganzes Leben einer speziellen Richtung widmet, im Nachteil. Bei diesem findet sich die Beherrschung eines reiches unendlichen Details, während Goethe mehr in der Anschauung allgemeiner großer Gesetze lebt. Daher kommt nun, dass Goethe, der immer irgendeiner großen Synthese auf der Spur ist, dem aber aus Mangel an Kenntnis der einzelnen Faktor die Bestätigung seiner Ahndungen fehlt, mit so entschiedener Liebe jedes Verhältnis zu bedeutenden Naturforschern ergreift und festhält. Denn bei ihnen findet er, was ihm mangelt. Bei ihnen findet er die Ergänzung dessen, was bei ihm selber lückenhaft geblieben. Er wird nun in wenigen Jahren 80 Jahre alt, aber des Forschens und Erfahrens wird er nicht satt. In keiner seiner Richtungen ist er fertig und abgetan. Er will immer weiter, immer weiter und immer lernen, immer lernen und zeigt sich eben dadurch als ein Mensch von einer ewigen, ganz unverwüstlichen Jugend. Diese Betrachtungen wurden bei mir diesen Mittag bei seiner lebhaften Unterhaltung mit Delton angeregt. Delton sprach über die Nagetiere und die Bildungen und Modifikationen ihrer Skelette, und Goethe konnte nicht satt werden, immer noch mehr einzelne Faktor zu vernehmen. Mittwoch, den 27. April 1825. Gegen Abend zu Goethe, der mich zu einer Spazierfahrt in den unteren Garten hatte, einladen lassen, Ehe wir fahren, sagt er, will ich Ihnen doch einen Brief von Zelter geben, den ich gestern erhalten und worin er auch unsere Theaterangelegenheiten berührt. Dass du der Mann nicht bist, schreibt Zelter unter anderem, dem Volk in Weimar ein Theater zu bauen, hätte ich dir schon eher angesehen. Wer sich grün macht, den fressen die Ziegen. Das möchten nur noch andere Hoheiten bedenken, die den Wein in der Gore pfropfen wollen. Freunde, wir haben zerlebt, ja, Erlebnis. Goethe sah mich an und wir lachten. Zelter ist brav und tüchtig, sagte er, aber er kommt mitunter in den Fall, mich nicht ganz zu verstehen und meinen Worten eine falsche Auslegung zu geben. Ich habe dem Volk und dessen Bildung mein ganzes Leben gewidmet, warum sollte ich ihm nicht auch ein Theater bauen? Allein hier in Weimar, in dieser kleinen Residenz, die, wie man scherzhafterweise sagt, zehntausend Poeten und einige Einwohner hat, wie kann da viel von Volk die Rede sein? Und nun gar von einem Volkstheater. Weimar wird ohne Zweifel einmal eine recht große Stadt werden. Allein wir können immer noch einige Jahrhunderte warten, bis das weimarische Volk eine hinlängliche Masse bildet, um ein Theater füllen, und ein Theater bauen und erhalten zu können. Es war indessen angespannt, und wir fuhren in den unteren Garten. Der Abend war still und milde, fast etwas schwül, und es zeigten sich große Wolken, die sich gewitterhaft zu Massen zusammenzogen. Wir gingen in dem trockenen Sandweg auf und ab, Goethe still neben mir, scheinbar von allerlei Gedanken bewegt. Ich horchte indes auf die Töne der Amsel und Drossel, die auf den Spitzen der noch unbelaubten Eschen jenseits der Ilm dem sich bildenden Gewitter entgegensangen. Goethe ließ seine Blicke umherschweifen, bald an den Wolken, bald über das Grün hin, das überall an den Seiten des Weges und auf der Wiese wie an Büschen und Hecken mächtig hervorquoll. Ein warmer Gewitterregen, wie der Abend es verspricht, sagte er, und der Frühling wird in der ganzen Pracht und Fülle abermals wieder da sein. Indessen ward das Gewölk drohender, man hörte ein dumpfes Donnern, auch einige Tropfen fielen, und Goethe fand es geraten, wieder in die Stadt zurückzufahren. Wenn Sie nichts vorhaben, sagte er, als wir an seiner Wohnung abstiegen, so gehen Sie wohl mit hinauf und bleiben doch ein Stündchen bei mir welches denn mit großer Freude von mir geschah. Zelters Brief lag noch auf dem Tisch. Es ist wunderlich, gar wunderlich, sagte Goethe, wie leicht man zu der öffentlichen Meinung in eine falsche Stellung gerät. Ich wüsste nicht, dass ich je etwas gegen das Volk gesündigt, aber ich soll nun ein für allemal kein Freund des Volkes sein. Freilich bin ich kein Freund des revolutionären Pöbels, der auf Raub, Mord und Brand ausgeht und hinter dem falschen Schilde des öffentlichen Wohles nur die gemeinsten egoistischen Zwecke maugert. Ich bin kein Freund solcher Leute, ebenso wenig als ich ein Freund eines Ludwigs des Fünfzehnten bin. Ich hasse jeden gewaltsamen Umsturz, weil dabei ebenso viel Gutes vernichtet als gewonnen wird. Ich hasse die, welche ihn ausführen, wie die, welche dazu Ursache haben. Aber bin ich darum kein Freund des Volkes? Denkt denn jeder rechtlich gesinnte Mann etwa anders? Sie wissen, wie sehr ich mich über jede Verbesserung freue, welche die Zukunft uns etwa in Aussicht stellt. Aber wie gesagt, jedes Gewaltsame, Sprunghafte ist mir in der Seele zuwider, denn es ist nicht naturgemäß. Ich bin ein Freund der Pflanze ich liebe die rose als das vollkommenste was unsere deutsche natur als blume gewähren kann aber ich bin nicht tor genug um zu verlangen daß mein garten sie mir schon jetzt ende april gewähren soll ich bin zufrieden wenn ich jetzt die ersten grünen blätter finde zufrieden wenn ich sehe wie ein blatt nach dem andern den stängel von woche zu woche weiterbildet ich freue mich, wenn ich im Mai die Knospe sehe, und bin glücklich, wenn endlich der Juni mir die Rose selbst in aller Pracht und in allem Duft entgegenreicht. Kann aber jemand die Zeit nicht erwarten? Der wende sich an die Treibhäuser. Nun heißt es wieder, ich sei ein Fürstendiener, ich sei ein Fürstenknecht, als ob damit etwas gesagt wäre. Diene ich denn etwa einem Tyrannen, einem Despoten? Diene ich denn etwa einem solchen, der auf Kosten des Volkes nur seinen eigenen Lüsten lebt? Solche Fürsten und solche Zeiten liegen Gottlob längst hinter uns. Ich bin dem Großherzog seit einem halben Jahrhundert auf das innigste verbunden und habe ein halbes Jahrhundert mit ihm gestrebt und gearbeitet, aber lügen müsste ich, wenn ich sagen wollte, ich wüsste einen einzigen Tag, wo der Großherzog nicht daran gedacht hätte, etwas zu tun und auszuführen, das dem Lande zum Wohl gereiche und das geeignet wäre, den Zustand des Einzelnen zu verbessern. Für sich persönlich, was hatte er denn von seinem Fürstenstande als Last und Mühe? Ist seine Wohnung, seine Kleidung, seine Tafel, etwa besser bestellt als die eines wohlhabenden Privatmannes? Man gehe nur in unsere Seestädte, und man wird Küche und Keller eines angesehenen Kaufmannes besser bestellt finden als die seinigen. Wir werden, fuhr Goethe fort, diesen Herbst den Tag feiern, an welchem der Großherzog seit fünfzig Jahren regiert und geherrscht hat. Allein wenn ich es recht bedenke, dieses sein Herrschen, was war es weiter als ein beständiges Dienen? Was war es als ein Dienen in Erreichung großer Zwecke, ein Dienen zum Wohl seines Volkes? Soll ich denn also mit Gewalt ein Fürstenknecht sein, so ist es wenigstens mein Trost, dass ich doch nur der Knecht eines solchen bin, der selber ein Knecht des allgemeinen Besten ist. Freitag, den 29. April 1825. Der Bau des neuen Theaters war diese Zeit rasch vorgeschritten, die Grundmauern stiegen schon überall empor und ließen ein baldiges, sehr schönes Gebäude hoffen. Heute aber, als ich den Bauplatz besuchte, sah ich zu meinem Schrecken, dass die Arbeit eingestellt war. Auch hörte ich gerüchteweise dass eine andere Partei gegen Goethes und Kudreis Plan noch endlich abgesiegt habe, dass Kudrey von der Leitung des Baus zurücktrete, und dass ein anderer Architekt nach einem neuen Riss den Bau ausführen und den bereits gelegten Grund danach ändern würde. Dieses zu sehen und zu hören betrübte mich tief, denn ich hatte mich mit vielen darauf gefreut, in Weimar ein Theater entstehen zu sehen, das nach Goethes praktischer Ansicht von einer zweckmäßigen inneren Einrichtung ausgeführt und hinsichtlich der Schönheit seinem hochgebildeten Geschmack gemäß sein würde. Aber auch wegen Goethe und Kudrey betrübte es mich, die durch dieses weimarische Ereignis sich beide mehr oder weniger verletzt fühlen mussten. Sonntag, den 1. Mai 1825. Bei Goethe zu Tisch. Es ist zu denken, dass der veränderte Theaterbau das erste war, das zwischen uns zur Sprache kam. Ich hatte, wie gesagt, gefürchtet, dass die höchst unerwartete Maßregel Goethe tief verletzen würde. Allein keine Spur. Ich fand ihn in der mildesten, heitersten Stimmung, durchaus über jede kleine Empfindlichkeit erhaben. Man hat, sagte er, dem Großherzog von Seiten des Kostenpunktes und großer Ersparungen, die bei dem veränderten Bauplan zu machen, beizukommen, gesucht, und es ist ihnen gelungen. Mir kann es recht sein. Ein neues Theater ist am Ende doch immer nur ein neuer Scheiterhaufen, den irgendein ungefähr über kurz oder lang wieder in Brand steckt. Damit tröste ich mich. Übrigens ein bisschen mehr oder weniger, ein bisschen auf oder ab ist nicht der Rede wert. Ihr werdet immerhin ein ganz leidliches Haus bekommen, wenn auch nicht gerade so, wie ich es mir gewünscht und mir gedacht hatte. Ihr werdet hineingehen, und ich werde auch hineingehen, und es wird am Ende alles ganz artig ausfallen. Der Großherzog, fuhr Goethe fort, äußerte gegen mich die Meinung, ein Theater brauche keineswegs ein architektonisches Prachtwerk zu sein, wogegen im ganzen freilich nichts einzuwenden, er meinte ferner, es sei doch immer nur ein Haus, das den Zweck habe, Geld zu verdienen. Diese Ansicht klingt beim ersten Anhören etwas materiell, allein es fehlt ihr recht bedacht auch keineswegs eine höhere Seite. Denn will ein Theater nicht bloß zu seinen Kosten kommen, sondern obendrein noch Geld erübrigen und Geld verdienen, so muß eben alles durchaus ganz vortrefflich sein. Es muß die beste Leitung an der Spitze haben, die Schauspieler müssen durchweg zu den besten gehören, und man muß fortwährend so gute Stücke geben, dass nie die Anziehungskraft ausgehe, welche dazu gehört, um jeden Abend ein volles Haus zu machen. Das ist aber mit wenigen Worten sehr viel gesagt und fast das Unmögliche. Die Ansicht des Großherzogs, sagte ich, mit dem Theater Geld verdienen zu wollen, scheint also eine durchaus praktische zu sein, indem in ihr eine Nötigung liegt, sich fortwährend auf der Höhe des Vortrefflichen zu halten. Shakespeare und Molière, erwiderte Goethe, hatten auch keine andere. Beide wollten auch vor allen Dingen mit ihren Theatern Geld verdienen. Damit sie aber diesen ihren Hauptzweck erreichen, mussten sie dahin trachten, dass fortwährend alles im besten Stande und neben dem alten Guten immer von Zeit zu Zeit etwas Tüchtiges Neues da sei, das reize und anlocke. Das Verbot des Tartuff war für Molière ein Donnerschlag, aber nicht sowohl für den Poeten als für den Direktor Molière, der für das Wohl einer bedeutenden Truppe zu sorgen hatte und der sehen mußte, wie er für sich und die seinigen Brot schaffe. Nichts, fuhr Goethe fort, ist für das Wohl eines Theaters gefährlicher, als wenn die Direktion so gestellt ist, dass eine größere oder geringere Einnahme der Kasse sie persönlich nicht weiter berührt und sie in der sorglosen Gewissheit leben kann, dass dasjenige, was im Laufe des Jahres an der Einnahme der Theaterkasse fehlt, am Ende desselben aus irgendeiner andern Quelle ersetzt wird. Es liegt einmal in der menschlichen Natur, dass sie leichter schlafft, wenn persönliche Vorteile oder Nachteile sie nicht nötigen. Nun ist zwar nicht zu verlangen, dass ein Theater in einer Stadt wie Weimar sich selbst erhalten solle, und dass kein jährlicher Zuschuss aus der fürstlichen Kasse nötig sei, allein es hat doch alles sein Ziel und seine Grenze, und einige tausend Taler jährlich mehr oder weniger sind doch keineswegs eine gleichgültige Sache, besonders da die geringere Einnahme und das Schlechterwerden des Theaters natürliche Gefährten sind, und also nicht bloß das Geld verloren geht, sondern die Ehre zugleich. Wäre ich der Großherzog, so würde ich künftig bei einer etwa eintretenden Veränderung der Direktion als jährlichen Zuschuss ein für allemal eine feste Summe bestimmen. Ich würde etwa den Durchschnitt der Zuschüsse der letzten zehn Jahre ermitteln lassen und danach eine Summe ermäßigen, die zu einer anständigen Erhaltung als hinreichend zu achten wäre. Mit dieser Summe müsste man haushalten. Dann würde ich aber einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn der Direktor mit seinen Regisseuren durch eine kluge und energische Leitung es dahin bringt, dass die Kasse am Ende des Jahres einen Überschuss hat, so soll von diesem Überschuss dem Direktor, den Regisseuren und den vorzüglichsten Mitgliedern der Bühne eine Remuneration zuteil werden. Da solltet ihr einmal sehen, wie es sich regen und wie die Anstalt aus dem Halbschlafe, in welchem sie nach und nach geraten muss, erwachen würde. Unsere Theatergesetze, fuhr Goethe fort, haben zwar allerlei Strafbestimmungen, allein sie haben kein einziges Gesetz, das auf Ermunterung und Belohnung ausgezeichneter Verdienste ginge. Dies ist ein großer Mangel. Denn wenn mir bei jedem Versehen ein Abzug von meiner Gage in Aussicht steht, so muß mir auch eine Ermunterung in Aussicht stehen, wenn ich mehr tue, als man eigentlich von mir verlangen kann. Dadurch aber, dass alle mehr tun, als zu erwarten und zu verlangen, kommt ein Theater in die Höhe. Frau von Goethe und Fräulein Ulrike traten herein, beide, wegen des schönen Wetters, sehr anmutig, sommerhaft gekleidet. Die Unterhaltung über Tisch war leicht und heiter, man sprach über allerlei Vergnügungspartien der vergangenen Woche sowie über Aussichten ähnlicher Art für die nächste. Wenn wir die schönen Abende behalten, sagte Frau von Goethe, so hätte ich große Lust, in diesen Tagen im Park beim Gesang der Nachtigallen einen Tee zu geben. Was sagen Sie, lieber Vater? Das könnte sehr artig sein, erwiderte Goethe. Und Sie, Eckermann, sagte Frau von Goethe, wie steht's mit Ihnen? Darf man Sie einladen? Aber Ottilie, fiel Fräulein Ulrike ein, wie kannst du nur den Doktor einladen, er kommt ja doch nicht, und wenn er kommt, so sitzt er wie auf Kohlen, und man sieht es ihm an, dass seine Seele woanders ist, und dass er je eher, je lieber wieder fort möchte. Wenn ich ehrlich sein soll, erwiderte ich, so streife ich freilich lieber mit Dolan im Felde umher, Tee und Teegesellschaft und Teegespräch widerstrebt meiner Natur so sehr, dass es mir schon unheimlich wird, wenn ich nur daran denke. Aber Eckermann sagte Frau von Goethe, bei einem Tee im Park sind Sie ja im Freien und ganz in Ihrem Element. Im Gegenteil, sagte ich, wenn ich der Natur so nahe bin, daß ich alle Düfte wittre und doch nicht eigentlich hinein kann, so wird es mir ungeduldig wie eine Ente, die man in die Nähe des Wassers bringt, aber am Hineintauchen hindert. »Sie könnten auch sagen«, bemerkte Goethe lachend, »es würde Ihnen zu Sinne wie einem Pferde, das seinen Kopf zum Stalle hinausstreckt und auf einer gedehnten Weidefläche vor sich andere Pferde frei umherjagen sieht. Es riecht zwar alle Wonne und Freiheit der frischen Natur, aber es kann nicht hinein. Doch lasst nur den Eckermann, er ist, wie er ist, und ihr macht ihn nicht anders.« aber sagen Sie, mein allerbester, was treiben Sie denn mit Ihrem Dolan die schönen langen Nachmittage im freien Felde? Wir suchen irgendein einsames Tal, sagte ich, und schießen mit Pfeil und Bogen. Hm, sagte Goethe, das mag kein schlechtes Vergnügen sein. Es ist herrlich, sagte ich, um die Gebrechen des Winters loszuwerden. Wie aber in aller Welt, sagte Goethe, sind Sie hier in Weimar zu Pfeil und Bogen gekommen? Zu den Pfeilen, erwiderte ich, habe ich mir in dem Feldzug von 1814 ein Modell aus Brabant mitgebracht. Das Schießen mit Pfeil und Bogen ist dort allgemein. Es ist keine Stadt so gering, dass sie nicht ihre Bogengesellschaften hätte. Sie haben ihren Stand in irgendeiner Schenke ähnlich unseren Kegelbahnen, und vereinigen sich gewöhnlich spät am Nachmittag, wo ich ihnen oft mit dem größten Vergnügen zugesehen. Was waren das für wohlgewachsene Männer und was für malerische Stellungen, wenn sie die Senne zogen? Wie waren die Kräfte entwickelt und wie waren sie geschickte Treffer? Sie schossen gewöhnlich in einer Entfernung von 60 bis 80 Schritt nach einer Papierscheibe auf einer nassen Lehmwand. Sie schossen rasch hintereinander und ließen die Pfeile stecken. Und da war es nicht selten, dass von fünfzehn Pfeilen fünf im Zentrum stacken, von der Größe eines Talers, und die übrigen in der Nähe umher. Wenn alle geschossen hatten, gingen sie hin, und jeder zog seinen Pfeil aus der weichen Wand, und das Spiel ging von vorne. Ich war damals für dieses Bogenschießen so begeistert, dass ich dachte, es sei etwas Großes, es in Deutschland einzuführen, und ich war so dumm, dass ich glaubte, es sei möglich. Ich handelte wiederholt auf einen Bogen, allein unter zwanzig Franken war keiner zu haben, und wie sollte ich armer Feldgänger so viel Geld auftreiben. Ich beschränkte mich daher auf einen Pfeil als das Wichtigere und Künstlerische, den ich in einer Fabrik zu Brüssel für einen Franken kaufte, und neben einer Zeichnung als meine einzige Eroberung mit in meine Heimat brachte. Das sieht Ihnen ähnlich, erwiderte Goethe, aber denken Sie nur nicht, man könnte etwas Natürliches und Schönes populär machen. Zum wenigsten will es Zeit haben und verlangt verzweifelte Künste. Aber ich kann mir denken, es mag schön sein, dieses Brabanter Schießen. Unser deutsches Kegelbahnvergnügen erscheint dagegen roh und ordinär und hat sehr viel vom Philister. Das Schöne beim Bogenschießen ist, erwiderte ich, dass es den Körper gleichmäßig entwickelt und die Kräfte gleichmäßig in Anspruch nimmt. Da ist der linke Arm, der den Bogen hinaushält, straff und stark und ohne Wanken, da ist der rechte, der mit dem Pfeil die Senne zieht und nicht weniger kräftig sein muß, Zugleich beide Füße und Schenkel stark zum Boden gestreckt, dem Oberkörper als feste Basis. Das zielende Auge, die Muskel des Halses und Nackens, alles in hoher Spannung und Tätigkeit. Und nun das Gefühl und die Freude, wenn der Pfeil hinaus zischt und im erwünschten Ziele steckt. Ich kenne keine körperliche Übung, die nur irgend damit zu vergleichen. Es wäre etwas für unsere Turnanstalten, versetzte Goethe. Und da sollte es mich nicht wundern, wenn wir nach zwanzig Jahren in Deutschland tüchtige Bogenschützen zu Tausenden hätten. Überhaupt mit einer erwachsenen Generation ist nie viel zu machen, in körperlichen Dingen wie in geistigen, in Dingen des Geschmacks wie des Charakters. Seid aber klug und fanget in den Schulen an. Und es wird gehen. Aber unsere deutschen Turnlehrer, erwiderte ich, wissen mit Pfeil und Bogen nicht umzugehen. Nun, antwortete Goethe, da mögen sich einige Turnanstalten vereinigen und einen tüchtigen Schützen aus Flandern oder Brabant kommen lassen. Oder sie mögen auch einige hübsche, wohlgewachsene, junge Turner nach Brabant schicken, dass sie sich dort zu guten Schützen ausbilden und auch lernen, wie man die Bogen schnitze und die Pfeile mache. Diese könnten dann in deutschen Turnanstalten als Lehrer eintreten, als wandernde Lehrer, die sich bald bei dieser Anstalt eine Zeit lang aufhielten und bald bei einer anderen. Ich bin fuhr Goethe fort, den deutschen Turnübungen durchaus nicht abgeneigt. Um so mehr hat es mir leid getan, dass sich sehr bald allerlei politisches dabei einschlich, so dass die Behörden sich genötigt sahen, sie zu beschränken oder wohl gar zu verbieten und aufzuheben. Dadurch ist nun das Kind mit dem Bade verschüttet. Aber ich hoffe, dass man die Turnanstalten wiederherstelle, denn unsere deutsche Jugend bedarf es. Besonders die Studierende, der bei dem vielen geistigen und gelehrten Treiben alles körperliche Gleichgewicht fehlt und somit jede nötige Tatkraft zugleich. Aber sagen Sie mir noch etwas von Ihrem Pfeil und Bogen, »Also einen Pfeil haben Sie sich aus Brabant mitgebracht. Ich möchte ihn sehen.« »Er ist längst verloren«, erwiderte ich, »aber ich hatte ihn so gut in Gedanken, dass es mir gelungen ist, ihn wiederherzustellen, und zwar statt des einen ein ganzes Dutzend. Das war aber gar nicht so leicht, als ich mir dachte, und ich habe dabei allerlei vergebliche Versuche gemacht und allerlei Missgriffe getan,« aber eben dadurch endlich auch allerlei gelernt. Zuerst kam es auf den Schaft an, und zwar, dass dieser gerade sei und nach einiger Zeit sich nicht werfe, sodann, dass er leicht sei und zugleich so fest, dass er bei dem Anprallen an einen harten Gegenstand nicht zersplittere. Ich machte Versuche mit dem Holz der Patte, dann der Fichte, dann der Birke, aber es erwies sich alles in einer oder der anderen Hinsicht als mangelhaft, und zwar nicht das, was es sein sollte. Dann machte ich Versuche mit dem Holz der Linde, und zwar aus einem schlanken, gerade gewachsenen Stammende, und ich fand durchaus, was ich wünschte und suchte. Ein solcher Pfeilschaft war leicht, gerade und fest, wegen sehr feiner Faser. Nun war das Nächste, das untere Ende mit einer Hornspitze zu versehen. Und es zeigte sich bald, dass nicht jedes Horn tauglich und daß es aus dem Kerne geschnitten sein müsse, um beim Schuss auf einen harten Gegenstand nicht zu zersplittern. Das Schwierigste und Künstlichste war aber jetzt noch zu tun, nämlich den Pfeil zu befiedern. Was habe ich da gepfuscht und für Missgriffe getan, ehe es mir gelang, und ich es darin zu einiger Geschicklichkeit brachte? Nicht wahr, sagte Goethe, die Federn werden nicht in den Schaft eingelassen, sondern aufgeleimt. Sie werden aufgeleimt, erwiderte ich, aber das muß so fest, zierlich und gut geschehen, daß es aussieht, als wären sie mit dem Schafte eins und aus ihm hervorgewachsen. Auch ist es nicht gleichgültig, welchen Leim man nimmt. Ich habe gefunden, dass Hausenblase, einige Stunden in Wasser eingeweicht und dann mit etwas hinzugegossenem Spiritus über gelindem Kohlenfeuer schleimartig aufgelöst, das Beste war. Auch sind die aufzuleimenden Federn nicht von einerlei Brauchbarkeit. Zwar sind die abgezogenen Fahnen der Schwungfedern jedes großen Vogels gut, doch habe ich die roten Flügelfedern des Pfau, die großen Federn des Truthahn, besonders aber die starken und prächtigen von Adler und Trappe als die vorzüglichsten gefunden. Ich höre dieses alles mit großem Interesse, sagte Goethe. Wer sie nicht kennt, sollte kaum glauben, dass ihre Richtungen so lebendig wären. Aber sagen Sie mir nun auch, wie Sie zu einem Bogen gekommen. Ich habe mir selber einige gemacht, erwiderte ich, aber dabei anfänglich auch wieder ganz entsetzlich gepfuscht. Dann habe ich mich mit Tischlern und Wagnern beraten, alle Holzarten der hiesigen Gegend durchprobiert und bin nun endlich zu ganz guten Resultaten gekommen. Ich hatte bei der Wahl des Holzes dahin zu trachten, dass der Bogen sich weich aufziehe, dass er rasch und stark zurückschnelle und dass die Federkraft von Dauer. Ich machte zuerst Versuche mit der Esche, und zwar dem astlosen Stamm einer etwa zehnjährigen von der Dicke eines mäßigen Armes. Ich kam aber beim Ausarbeiten auf den Kern, welches nicht gut war und wo ich das Holz grob und lose fand. Man riet mir darauf, einen Stamm zu nehmen, der stark genug sei, um ihn schlachten zu können, und zwar zu vier Teilen. Schlachten? fragte Goethe. Was ist das? Es ist ein Kunstausdruck der Wagner, erwiderte ich, und heißt so viel als Spalten, und zwar wird dabei ein Keil durch den Stamm der Länge nach von einem Ende bis zum anderen durchgetrieben. War nun der Stamm gerade gewachsen, ich meine, strebte die Faser in gerader Richtung aufwärts, so werden auch die geschlachteten Stücke gerade sein und sich durchaus zum Bogen eignen. War aber der Stamm gewunden? so werden die geschlachteten Stücke, in dem der Keil der Faser nachgeht, eine gekrümmte, gewundene Richtung haben und zum Bogen nicht zu gebrauchen sein. Wie wäre es aber, sagte Goethe, wenn man einen solchen Stamm mit der Säge in vier Teile schnitte? Da bekäme man doch auf jeden Fall gerade Stücke. Man würde, erwiderte ich, bei einem Stamm mit etwas gewundener Richtung die Faser durchschneiden, und das würde die Teile zu einem Bogen durchaus unbrauchbar machen. Ich begreife, sagte Goethe, ein Bogen mit durchschnittener Faser würde brechen. Doch erzählen Sie weiter, die Sache interessiert mich. Ich machte also, fuhr ich fort, meinen zweiten Bogen aus einem Stück geschlachteter Esche. Es war an der Rückseite keine Faser durchschnitten, der Bogen war stark und fest, aber es zeigte sich der Fehler, dass er beim Aufziehen nicht weich, sondern hart war. Sie werden, sagte der Wagner, ein Stück Samenesche genommen haben, welches immer ein sehr steifes Holz ist, nehmen Sie aber von der zähen, wie sie bei Hopfgarten und Zimmern wächst, so wird es besser gehen. Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich, dass zwischen Esche und Esche ein großer Unterschied, und dass bei allen Holzarten sehr viel auf den Ort und auf den Boden ankomme, wo sie gewachsen. Ich erfuhr, dass das Holz des Ettersberges als Nutzholz wenigen Wert habe, dass dagegen das Holz aus der Umgegend von Nora eine besondere Festigkeit besitze, weshalb denn die weimarischen Fuhrleute zu Wagenreparaturen, die in Nora gemacht, ein ganz besonderes Vertrauen hätten. Ich machte im Lauf meiner weiteren Bemühungen ferner die Erfahrung, dass alles auf der Winterseite eines Abhanges gewachsene Holz fester und von geraderer Faser befunden wird, als das auf der Sommerseite gewachsene. Auch ist es begreiflich, denn ein junger Stamm, der in der schattigen Nordseite eines Abhanges aufwächst, hat nur Licht und Sonne nach oben zu suchen, weshalb er denn sonnenbegierig fortwährend aufwärts strebt und die Faser in gerader Richtung mit emporzieht. Auch ist ein schattiger Stand der Bildung einer feineren Faser günstig, welches sehr auffallend an solchen Bäumen zu sehen ist, die einen so freien Stand hatten, dass ihre Südseite lebenslänglich der Sonne ausgesetzt war, während ihre Nordseite fortwährend im Schatten blieb. Liegt ein solcher Stamm in Teile zersägt vor uns da, so bemerkt man, dass der Punkt des Kernes sich keineswegs in der Mitte befindet, sondern bedeutend nach der einen Seite zu. Und diese Verschiebung des Mittelpunktes rührt daher, dass die Jahresringe der Südseite durch fortwährende Sonnenwirkung sich bedeutend stärker entwickelt haben und daher breiter sind als die Jahresringe der schattigen Nordseite. Tischler und Wagner, wenn es ihnen um ein festes, feines Holz zu tun ist, wählen daher lieber die feiner entwickelte Nordseite eines Stammes, welches sie die Winterseite nennen und dazu ein besonderes Vertrauen haben. Sie können denken, sagte Goethe, dass Ihre Beobachtungen für mich, der sich ein halbes Leben mit dem Wachstum der Pflanzen und Bäume beschäftigt hat, von besonderem Interesse sind. Doch erzählen Sie weiter. Sie machten also wahrscheinlich darauf einen Bogen von der zähen Esche. Ich tat so, erwiderte ich, und zwar nahm ich ein gut geschlachtetes Stück von der Winterseite, wo ich auch eine ziemlich feine Faser fand. Auch war der Bogen weich im Aufziehen und von guter Schnellkraft. Allein, nachdem er einige Monate im Gebrauch gewesen, zeigte sich bereits eine merkliche Krümmung, und es war deutlich, dass die Spannkraft nicht stichhalte. Ich machte dann Versuche mit dem Stamm einer jungen Eiche, welches auch ganz gutes Holz war, wobei ich aber nach einiger Zeit denselbigen Fehler fand. Dann mit dem Stamm der Walnuss, welches besser und zuletzt mit dem Stamm des feinblättrigen Ahorn, des sogenannten Maßholder, welches das Beste war und nichts weiter zu wünschen übrig ließ. Ich kenne das Holz, erwiderte Goethe, man findet es auch häufig in Hecken. Ich kann mir denken, dass es gut ist. Doch habe ich selten einen jungen Stamm gefunden, der ohne Äste war, und sie bedürfen doch wohl zum Bogen ein Holz, das ganz frei von Ästen ist. Ein junger Stamm, erwiderte ich, ist freilich nicht ohne Äste, doch wenn man ihn zum Baume aufzieht, so werden ihm die Äste genommen oder wenn er im Dickicht aufwächst, so verlieren sie sich mit der Zeit von selber. War nun ein Stamm, als man ihm die Äste nahm, etwa drei bis vier Zoll im Durchmesser, und lässt man ihn nun fortwachsen und jährlich neues Holz von außen sich anbilden, so wird nach Verlauf von fünfzig bis achtzig Jahren das astreiche Innere mit mehr als einem halben Fuß gesunden, astfreien Holzes überwachsen sein. Ein solcher Stamm steht dann mit der glattesten Außenseite vor uns. Aber man weiß freilich nicht, was er im Innern für Dücke hat. Man wird daher auf jeden Fall sicher gehen, wenn man bei einer aus solchem Stamm gesägten Bohle sich gleichfalls an die Außenseite hält und einige Zoll von demjenigen Stück sich abschneiden lässt, was zunächst unter der Rinde war, also den Splint, und was ihm folgt, welches überhaupt das jüngste, zäheste und zu einem Bogen das tauglichste Holz ist. »Ich meinte,« versetzte Goethe, »das Holz zu einem Bogen dürfte nicht gesägt, sondern müsste gespalten oder, wie Sie es nennen, geschlachtet werden.« »Wenn es sich schlachten lässt,« erwiderte ich, »allerdings. Die Esche, die Eiche, auch wohl der Walnuss, lässt sich schlachten, weil es Holz von grober Faser ist.« der Maßholder aber nicht, denn es ist ein Holz von so feiner, fest ineinander gewachsener Faser, dass es sich in der Faserrichtung durchaus nicht trennt, sondern herüber und hinüber reißt, ganz gegen alle Faser und alle natürlich gewachsene Richtung. Das Holz des Maßholder muss daher mit der Säge getrennt werden, und zwar ohne alle Gefahr für die Kraft des Bogens. Mm hm, sagte Goethe, Sie sind übrigens durch Ihre Bogentendenz zu ganz hübschen Kenntnissen gekommen, und zwar zu lebendigen, die man nur auf praktischem Wege erlangt. Das ist aber immer der Vorteil irgendeiner leidenschaftlichen Richtung, dass sie uns in das Innere der Dinge treibt. Auch ist das Suchen und Irren gut, denn durch Suchen und Irren lernt man, und zwar lernt man nicht bloß die Sache, sondern den ganzen Umfang. Was wüsste ich von der Pflanze und der Farbe, wenn man meine Theorie mir fertig überliefert und ich beides auswendig gelernt hätte? Aber dass ich eben alles selber suchen und finden und auch gelegentlich irren musste, dadurch kann ich sagen, dass ich von beiden Dingen etwas weiß, und zwar mehr als auf dem Papier steht. Aber sagen Sie mir noch eins von Ihrem Bogen. Ich habe Schottische gesehen, die bis zu den Spitzen hinaus ganz gerade, andere dagegen, deren Spitzen gekrümmt waren. Welche halten Sie für die besten? Ich halte dafür, erwiderte ich, dass bei einem Bogen mit rückwärts geschweiften Enden die Federkraft bei weitem mächtiger ist. Anfangs machte ich sie gerade, weil ich nicht verstand, die Enden zu biegen. Nachdem ich aber gelernt, damit umzugehen, mache ich die Enden geschweift und ich finde, dass der Bogen dadurch nicht allein ein schöneres Ansehen, sondern auch eine größere Gewalt erlangt. Nicht wahr, sagte Goethe, man bewirkt die Krümmung durch Hitze. Durch feuchte Hitze? erwiderte ich, wenn der Bogen so weit fertig, dass die Spannkraft gleichmäßig verteilt und er nirgendwo mehr schwächer oder stärker ist, als er sein soll, so stelle ich ihn mit dem einen Ende in kochendes Wasser, etwa sechs bis acht Zoll tief, und lasse ihn eine Stunde kochen. Dieses erweichte Ende schraube ich dann in voller Hitze zwischen zwei kleine Klötze, deren innere Linie die Form der Biegung hat, die ich dem Bogen zu geben wünsche. In solcher Klemme lasse ich ihn sodann wenigstens einen ganzen Tag und eine Nacht stehen, damit er völlig austrockne, und verfahre darauf mit dem andern Ende auf gleicher Weise. So behandelte Spitzen stehen sodann unverwüstlich, als wären sie in solcher Krümmung gewachsen. Wissen Sie was, versetzte Goethe mit einem geheimnisvollen Lächeln, ich glaube, ich habe etwas für Sie, das Ihnen nicht unlieb wäre. Was dächten Sie, wenn wir zusammen hinuntergingen und ich Ihnen einen echten Baschkirenbogen in die Hände legte? Ein Baschkirenbogen, rief ich voll Begeisterung, und einen echten. <laughs> ja, närrischer Kerl, einen echten, sagte Goethe. Kommen Sie nur. Wir gingen hinab in den Garten, Goethe öffnete das untere Zimmer eines kleinen Nebengebäudes, das auf den Tischen und an den Wänden umher mit Seltenheiten und Merkwürdigkeiten aller Art vollgepfropft erschien. Ich überlief alle diese Schätze nur flüchtig, meine Augen suchten den Bogen. Hier haben Sie ihn, sagte Goethe, indem er ihn in einem Winkel aus einem Haufen von allerlei seltsamen Gerätschaften hervornahm. Ich sehe, er ist noch in demselbigen Stande, wie er im Jahr 1814 von einem baschkieren Häuptling mir verehrt wurde. Nun, was sagen Sie? Ich war voller Freude, die liebe Waffe in meinen Händen zu halten. Es schien alles unversehrt und auch die Senne noch vollkommen brauchbar. Ich probierte ihn in meinen Händen und fand ihn auch noch von leidlicher Schnellkraft. Es ist ein guter Bogen, sagte ich. Besonders aber gefällt mir die Form, die mir künftig als Modell dienen soll. Von welchem Holz, denken Sie, ist er gemacht? sagte Goethe. Er ist, wie Sie sehen, erwiderte ich, mit feiner Birkenschale so überdeckt, daß von dem Holz wenig sichtbar und nur die gekrümmten Enden freigeblieben. Und auch diese sind durch die Zeit so angebräunt, daß man nicht recht sehen kann, was es ist. Auf den ersten Anblick sieht es aus wie junge Eiche, und dann wieder wie Nussbaum. Ich denke, es ist Nussbaum oder ein Holz, das dem ähnlich. Ahorn oder Maßholder ist es nicht. Es ist ein Holz von grober Faser, auch sehe ich Merkmale, dass es geschlachtet worden. Wie wäre es? sagte Goethe, wenn Sie ihn einmal probierten? Hier haben Sie auch einen Pfeil. Doch hüten Sie sich vor der eisernen Spitze, sie könnte vergiftet sein. Wir gingen wieder in den Garten und ich spannte den Bogen. Nun, wohin? sagte Goethe. Ich dächte erst einmal in die Luft, erwiderte ich. Nur zu, sagte Goethe. Ich schoss hoch in die sonnigen Wolken in blauer Luft. Der Pfeil hielt sich gut, dann bog er sich und sauste wieder herab und fuhr in die Erde. Nun lassen Sie mich einmal, sagte Goethe. Ich war glücklich, daß er auch schießen wollte. Ich gab ihm den Bogen und holte den Pfeil. Goethe schob die Kerbe des Pfeiles in die Senne, auch fasste er den Bogen richtig, doch dauerte es ein Weilchen, bis er damit zurechtkam. Nun zielte er nach oben und zog die Senne, er stand da wie der Apoll mit unverwüstlicher innerer Jugend, doch alt an Körper. Der Pfeil erreichte nur eine sehr mäßige Höhe und senkte sich wieder zur Erde. Ich lief und holte den Pfeil. Noch einmal, sagte Goethe. Er zielte jetzt in horizontaler Richtung den sandigen Weg des Gartens hinab. Der Pfeil hielt sich etwa dreißig Schritt ziemlich gut, dann senkte er sich und schwirrte am Boden hin. Goethe gefiel mir bei diesem Schießen mit Pfeil und Bogen über die Maßen. Ich dachte an die Verse, lässt mich das Alter im Stich? Bin ich wieder ein Kind? Ich brachte ihm den Pfeil zurück. Er bat mich auch einmal in horizontaler Richtung zu schießen und gab mir zum Ziel einen Fleck im Fensterladen seines Arbeitszimmers. Ich schoss. Der Pfeil war nicht weit vom Ziel, aber so tief in das weiche Holz gefahren, dass es mir nicht gelang, ihn wieder herauszubringen. Lassen Sie ihn stecken, sagte Goethe. Er soll mir einige Tage als eine Erinnerung an unsere Späße dienen. Wir gingen bei dem schönen Wetter im Garten auf und ab, dann setzten wir uns auf eine Bank mit dem Rücken gegen das junge Laub einer dicken Hecke. Wir sprachen über den Bogen des Odysseus, über die Helden des Homer, dann über die griechischen Tragiker und endlich über die vielverbreitete Meinung, dass das griechische Theater durch Euripides in Fall geraten. Goethe war dieser Meinung keineswegs. »Überhaupt«, sagte er, »bin ich nicht der Ansicht, dass eine Kunst durch irgendeinen einzelnen Mann in Verfall geraten könne. Es muß dabei sehr vieles zusammenwirken, was aber nicht so leicht zu sagen. Die tragische Kunst der Griechen konnte so wenig durch Euripides in Fall geraten, als die bildende Kunst durch irgendeinen großen Bildhauer, der neben Phidias lebte, aber geringer war.« denn die Zeit, wenn sie groß ist, geht auf dem Wege des Besseren fort, und das Geringere bleibt ohne Folge. Was aber war die Zeit des Euripides für eine große Zeit? Es war nicht die Zeit eines rückschreitenden, sondern die Zeit eines vorschreitenden Geschmackes. Die Bildhauerei hatte ihren höchsten Gipfel noch nicht erreicht, und die Malerei war noch im früheren Werden. Hatten die Stücke des Euripides gegen die des Sophokles gehalten große Fehler, so war damit nicht gesagt, dass die nachkommenden Dichter diese Fehler nachahmen und an diesen Fehlern zugrunde gehen mussten. Hatten sie aber große Tugenden, so dass man einige sogar den Stücken des Sophokles vorziehen mochte, warum strebten denn die nachkommenden Dichter nicht diesen Tugenden nach, und warum wurden sie denn nicht wenigstens so groß als Euripides selber? erschien aber nach den bekannten drei großen Tragikern dennoch kein ebenso großer vierter fünfter und sechster so ist das freilich eine sache die nicht so leicht zu beantworten ist worüber man jedoch seine vermutungen haben und der man wohl einigermaßen nahe kommen kann der mensch ist ein einfaches wesen und wie reich mannigfaltig und unergründlich er auch sein mag so ist doch der Kreis seiner Zustände bald durchlaufen. Wären es Umstände gewesen wie bei uns armen Deutschen, wo Lessing zwei bis drei, ich selber drei bis vier und Schiller fünf bis sechs passable Theaterstücke geschrieben, so wäre auch wohl noch für einen vierten, fünften und sechsten tragischen Poeten Raum gewesen. Allein bei den Griechen und dieser Fülle ihrer Produktion, wo jeder der drei Großen über hundert oder nah an hundert Stücke geschrieben hatte, und die tragischen Sujets des Homer und der Heldensage zum Teil drei bis viermal behandelt waren, bei solcher Fülle des vorhandenen, sage ich, kann man wohl annehmen, dass Stoff und Gehalt nach und nach erschöpft war und ein auf die drei Großen folgender Dichter nicht mehr recht wusste, wo hinaus. Und im Grunde wozu auch? War es denn nicht endlich für eine Weile genug, und war das von Aeschylus, Sophokles und Euripides hervorgebrachte nicht der Art und Tiefe, dass man es hören und immer wieder hören konnte, ohne es trivial zu machen und zu töten? Sind doch diese auf uns gekommen wenigen grandiosen Trümmer schon von solchem Umfang, und solcher Bedeutung, dass wir armen Europäer uns bereits seit Jahrhunderten damit beschäftigen und noch einige Jahrhunderte daran werden zu zehren und zu tun haben. 1826 Montag, den 5. Juni 1826 Goethe erzählte mir, dass Preller bei ihm gewesen und Abschied genommen, um auf einige Jahre nach Italien zu gehen. Als Reisesegen, sagte Goethe, habe ich ihm geraten, sich nicht verwirren zu lassen, sich besonders an Poussin und Claude Lorrain zu halten und vor allem die Werke dieser beiden Großen zu studieren, damit ihm deutlich werde, wie sie die Natur angesehen und zum Ausdruck ihrer künstlerischen Anschauungen und Empfindung gebraucht haben. Preller ist ein bedeutendes Talent und mir ist für ihn nicht bange. Er scheint mir übrigens von sehr ernstem Charakter und ich bin fast gewiss, dass er sich eher zu Poussin als zu Claude Lorrain neigen wird. Noch habe ich äh, ihm den Letzteren zu besonderem Studium empfohlen und zwar nicht ohne Grund. Denn es ist mit der Ausbildung des Künstlers wie mit der Ausbildung jedes anderen Talentes. Unsere Stärken bilden sich gewissermaßen von selber, aber diejenigen Keime und Anlagen unserer Natur, die nicht unsere tägliche Richtung und nicht so mächtig sind, wollen eine besondere Pflege, damit sie gleichfalls zu Stärken werden so können einem jungen Sänger, wie ich schon oft gesagt, gewisse Töne angeboren sein, die ganz vortrefflich sind und die nichts weiter zu wünschen übrig lassen. Andere Töne seiner Stimme aber können weniger stark, rein und voll befunden werden, aber eben diese muss er durch besondere Übung dahin zu bringen suchen, dass sie den andern gleich werden. Ich bin gewiss, dass Prellern einst das Ernste, Großartige, vielleicht auch das Wilde, ganz vortrefflich gelingen wird. Ob er aber im Heiteren, Anmutigen und Lieblichen gleich glücklich sein werde, ist eine andere Frage und deshalb habe ich ihm den Claude Lorrain ganz besonders ans Herz gelegt, damit er sich durch Studium dasjenige aneigne, was vielleicht nicht in der eigentlichen Richtung seines Naturells liegt. Sodann war noch eins, worauf ich ihn aufmerksam gemacht. Ich habe bisher viele Studien nach der Natur von ihm gesehen. Sie waren vortrefflich und mit Energie und Leben aufgefasst, aber es waren alles nur Einzelheiten, womit später bei eigenen Erfindungen wenig zu machen ist. Ich habe ihm nun geraten, künftig in der Natur nie einen einzelnen Gegenstand alleine herauszuzeichnen, nie einen einzelnen Baum, einen einzelnen Steinhaufen, eine einzelne Hütte, sondern immer zugleich einigen Hintergrund und einige Umgebung mit. Und zwar aus folgenden Ursachen Wir sehen in der Natur nie etwas als Einzelheit, sondern wir sehen alles in Verbindung mit etwas anderem, das vor ihm, neben ihm, hinter ihm, unter ihm und über ihm sich befindet. Auch fällt uns wohl ein einzelner Gegenstand als besonders schön und malerisch auf. Es ist aber nicht der Gegenstand allein, der diese Wirkung hervorbringt, sondern es ist die Verbindung, in der wir ihn sehen, mit dem, was neben, hinter und über ihm ist und welches alles zu jener Wirkung beiträgt. So kann ich bei einem Spaziergang auf eine Eiche stoßen, deren malerischer Effekt mich überrascht, zeichne ich sie aber alleine heraus, so wird sie vielleicht gar nicht mehr erscheinen, was sie war, weil dasjenige fehlt, was zu ihrem malerischen Effekt in der Natur beitrug und ihn steigerte. So kann ferner ein Stück Wald schön sein, weil gerade dieser Himmel, dieses Licht und dieser Stand der Sonne einwirkt lasse ich aber in meiner Zeichnung dieses alles hinweg, so wird sie vielleicht ohne alle Kraft als etwas Gleichgültiges dastehen, dem der eigentliche Zauber fehlt. Und dann noch dieses. Es ist in der Natur nichts Schön, was nicht naturgesetzlich als wahr motiviert wäre. Damit aber jene Naturwahrheit auch im Bilde wahr erscheine, so muß sie durch Hinstellung der einwirkenden Dinge begründet werden. Ich treffe an einem Bach wohlgeformte Steine, deren der Luft ausgesetzte Stellen mit grünem Moos malerisch überzogen sind. Es ist aber nicht die Feuchtigkeit des Wassers allein, was diese Moosbildung verursachte, sondern es ist etwa ein nördlicher Abhang oder schattende Bäume und Gebüsch, was an dieser Stelle des Baches auf jene Bildung einwirkte. Lasse ich aber diese einwirkenden Ursachen in meinem Bilde hinweg, so wird es ohne Wahrheit sein und ohne die eigentliche überzeugende Kraft. So hat der Stand eines Baumes, die Art des Bodens unter ihm, andere Bäume hinter und neben ihm einen großen Einfluss auf seine Bildung. Eine Eiche, die auf der windigen westlichen Spitze eines felsigen Hügels steht, wird eine ganz andere Form erlangen als eine andere, die unten im weichen Boden eines geschützten Tales grünt. Beide können in ihrer Art schön sein, aber sie werden einen sehr verschiedenen Charakter haben und können daher in einer künstlerisch erfundenen Landschaft wiederum nur für einen solchen Stand gebraucht werden, wie sie ihn in der Natur hatten. Und deshalb ist dem Künstler die mitgezeichnete Umgebung wodurch der jedesmalige Stand ausgedrückt worden von großer Bedeutung. Wiederum aber würde es töricht sein, allerlei prosaische Zufälligkeiten mitzeichnen zu wollen, die so wenig auf die Form und Bildung des Hauptgegenstandes als auf dessen augenblickliche malerische Erscheinung Einfluss hatten. Von allen diesen kleinen Andeutungen habe ich Prellern die Hauptsachen mitgeteilt und ich bin gewiss, dass es bei ihm als einem geborenen Talent Wurzel schlagen und gedeihen werde. 1827 Mittwoch, den 21. Februar 1827 bei Goethe zu Tisch, er sprach viel und mit Bewunderung über Alexander von Humboldt, dessen Werk über Kuba und Kolumbien er zu lesen angefangen und dessen Ansichten über das Projekt eines Durchstiches der Landenge von Panama für ihn ein ganz besonderes Interesse zu haben schien. Humboldt, sagte Goethe, hat mit großer Sachkenntnis noch andere Punkte angegeben, wo man mit Benutzung einiger in den mexikanischen Meerbusen fließenden Ströme vielleicht noch vorteilhafter zum Ziele käme als bei Panama. Dies ist nun alles der Zukunft und einem großen Unternehmungsgeist vorbehalten. So viel ist aber gewiss, gelänge ein Durchstich der Art, dass man mit Schiffen von jeder Ladung und jeder Größe durch solchen Kanal aus dem mexikanischen Meerbusen in den stillen Ozean fahren könnte, so würden daraus für die ganze zivilisierte und nicht zivilisierte Menschheit ganz unberechenbare Resultate hervorgehen. Wundern sollte es mich aber, wenn die Vereinigten Staaten es sich sollten entgehen lassen, ein solches Werk in ihre Hände zu bekommen. Es ist vorauszusehen, dass dieser jugendliche Staat bei seiner entschiedenen Tendenz nach Westen in 30 bis 40 Jahren auch die großen Landstrecken jenseits der Felsengebirge in Besitz genommen und bevölkert haben wird. Es ist ferner vorauszusehen, dass an dieser ganzen Küste des Stillen Ozeans, wo die Natur bereits die geräumigsten und sichersten Häfen gebildet hat, nach und nach sehr bedeutende Handelsstädte entstehen werden, zur Vermittlung eines großen Verkehrs zwischen China, nebst Ostindien und den Vereinigten Staaten. In solchem Falle wäre es aber nicht bloß wünschenswert, sondern fast notwendig, dass sowohl Handels als Kriegsschiffe zwischen der nordamerikanischen westlichen und östlichen Küste eine raschere Verbindung unterhielten, als es bisher durch die langweilige, widerwärtige und kostspielige Fahrt um das Kap Horn möglich gewesen. Ich wiederhole also, es ist für die Vereinigten Staaten durchaus unerlässlich, dass sie sich eine Durchfahrt aus dem mexikanischen Meerbusen in den stillen Ozean bewerkstelligen, und ich bin gewiss, dass sie es erreichen. Dieses möchte ich erleben, aber ich werde es nicht. Zweitens möchte ich erleben, eine Verbindung der Donau mit dem Rhein hergestellt zu sehen. Aber dieses Unternehmen ist gleichfalls so riesenhaft, dass ich an der Ausführung zweifle, zumal in Erwägung unserer deutschen Mittel. Und endlich drittens möchte ich die Engländer im Besitz eines Kanals von Suez sehen. Diese drei großen Dinge möchte ich erleben, und es wäre wohl der Mühe wert, ihnen zuliebe es noch einige fünfzig Jahre auszuhalten. Donnerstag, den 1. März 1827. Bei Goethe zu Tisch. Er erzählte mir, dass er eine Sendung vom Grafen Sternberg und Zauber erhalten, die ihm Freude machte. So dann verhandelten wir viel über die Farbenlehre, über die subjektiven prismatischen Versuche und über die Gesetze, nach denen der Regenbogen sich bildet. Er freute sich über meine fortwährend sich vergrößernde Teilnahme an diesen schwierigen Gegenständen. Mittwoch, den 21. März 1827. Goethe zeigte mir ein Büchelchen von Hinrichs über das Wesen der antiken Tragödie. Ich habe es mit großem Interesse gelesen, sagte er. Hinrichs hat besonders den Ödip und die Antigone von Sophokles als Grundlage genommen, um daran seine Ansichten zu entwickeln. Es ist sehr merkwürdig, und ich will es Ihnen mitgeben, damit Sie es auch lesen und wir darüber sprechen können. Ich bin nun keineswegs seiner Meinung, aber es ist im hohen Grade lehrreich zu sehen, wie ein so durch und durch philosophisch gebildeter Mensch von dem eigentümlichen Standpunkt seiner Schule aus ein dichterisches Kunstwerk ansieht. Ich will heute nichts weit sagen, um Ihnen nicht vorzugreifen, lesen Sie nur, und Sie werden sehen, dass man dabei zu allerlei Gedanken kommt. Mittwoch, den 28. März 1827 ich brachte Goethe das Buch von Hinrich zurück, das ich indes eifrig gelesen, auch hatte ich sämtliche Stücke des Sophokles abermals durchgenommen, um im vollkommenen Besitz des Gegenstands zu sein. Nun, sagte Goethe, wie haben Sie ihn gefunden, nicht wahr? Er geht den Dingen zu Leibe. Ganz wunderlich, sagte ich, geht es mir mit diesem Buche. Es hat keins so viele Gedanken in mir angeregt als dieses. Und doch bin ich mit keinem so oft in Widerspruch geraten als gerade mit diesem. Das ist's eben, sagte Goethe, das gleiche lässt uns in Ruhe, aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht. Seine Intentionen, sagte ich, sind mir im hohen Grade respektabel erschienen. Auch haftet er keineswegs an der Oberfläche der Dinge allein, er verliert sich oft so sehr im feinen und innerlichen der Verhältnisse und zwar auf so subjektive Weise, dass er darüber die wahre Anschauung des Gegenstandes im Einzelnen wie die Übersicht des Ganzen verliert und man in den Fall kommt, sich und den Gegenständen Gewalt antun zu müssen, um so zu denken wie er. Auch ist es mir oft vorgekommen, als wären meine Organe zu grob, um die ungewöhnliche Subtilität seiner Unterscheidungen aufzufassen. Wären Sie philosophisch präpariert wie er, sagte Goethe, so würde es besser gehen. Wenn ich aber ehrlich sagen soll, so tut es mir leid, dass ein ohne Zweifel kräftig geborener Mensch von der norddeutschen Seeküste wie Hinrichs durch die Hegelsche Philosophie so zugerichtet worden, dass ein unbefangenes natürliches Anschauen und Denken bei ihm ausgetrieben und eine künstliche und schwerfällige Art und Weise sowohl des Denkens wie des Ausdrucks ihm nach und nach angebildet worden, so daß wir in seinem Buch auf Stellen geraten, wo unser Verstand durchaus stille steht und man nicht mehr weiß, was man liest. Das ist mir nicht besser gegangen, sagte ich, doch habe ich mich gefreut, auch auf Stellen zu stoßen, die mir durchaus menschlich und klar erschienen, sind wie zum Beispiel seine Relation der Fabel des Ödip. Hierbei, sagte Goethe, musste er sich freilich scharf an der Sache halten. Es gibt aber in seinem Buche nicht wenige Stellen, bei denen der Gedanke nicht rückt und fortschreitet, und wobei sich die dunkle Sprache immer auf selbigem Fleck und immer in selbigem Kreis bewegt, so völlig wie das einmal eins der Hexe in meinem Faust. Begeben Sie mir doch einmal das Buch. Von seiner sechsten Vorlesung über den Chor habe ich so viel wie gar nichts verstanden. Was sagen Sie zum Beispiel zu diesem, welches nahe am Ende steht? Diese Wirklichkeit, nämlich des Volkslebens, ist als die wahre Bedeutung derselben deshalb auch allein nur ihre wahrhafte Wirklichkeit, die zugleich als sich selber die Wahrheit und Gewissheit, darum die allgemein geistige Gewissheit ausmacht, welche Gewissheit zugleich die versöhnende Gewissheit des Chores ist, so dass allein in dieser Gewissheit, die sich als das Resultat der gesamten Bewegung der tragischen Handlung erwiesen, der Chor erst wahrhaft dem allgemeinen Volksbewusstsein gemäßig verhält und als solcher nicht bloß das Volk mehr vorstellt, sondern selbst an und für sich dasselbe seiner Gewissheit nach ist. Ich dächte, wir hätten genug. Was sollen erst die Engländer und Franzosen von der Sprache unserer Philosophen denken, wenn wir Deutschen sie selber nicht verstehen? Und trotz alledem, sagte ich, sind wir darüber einig, dass dem Buch ein edles Wollen zugrunde liege und dass es die Eigenschaft habe, Gedanken zu erregen. Seine Idee von Familie und Staat, sagte Goethe, und daraus hervorgehen können in tragischen Konflikten ist allerdings gut und fruchtbar. Doch kann ich nicht zugeben, dass sie für die tragische Kunst die beste oder gar die einzig richtige sei. Freilich leben wir alle in Familien und im Staat, und es trifft uns nicht leicht ein tragisches Schicksal, das uns nicht als Glieder von beiden träfe. Doch können wir auch ganz gut tragische Personen sein, und wären wir bloße Familien oder wären wir bloße Staatsglieder. Denn es kommt im Grunde bloß auf den Konflikt an, der keine Auflösung zulässt, und dieser kann entstehen aus dem Widerspruch, welcher Verhältnisse er wolle, wenn er nur einen echten Naturgrund hinter sich hat. Und nur ein echt tragischer ist. So geht der Aias zugrunde an dem Dämon verletzten Ehrgefühls und der Herkules an dem Dämon liebender Eifersucht. In beiden Fällen ist nicht der geringste Konflikt von Familienpietät und Staatstugend vorhanden, welches doch nach Hinrichs die Elemente der griechischen Tragödie sein sollen. Man sieht deutlich, sagte ich, dass er bei dieser Theorie bloß die Antigone im Sinne hatte. Auch scheint er bloß den Charakter und die Handlungsweise dieser Helden vor Augen gehabt zu haben, als er die Behauptung hinstellte, daß die Familienpietät am reinsten im Weibe erscheine und am allerreinsten in der Schwester, und daß die Schwester nur den Bruder ganz rein und geschlechtslos lieben könne. Ich dächte, erwiderte Goethe, dass die Liebe von Schwester zu Schwester noch reiner und geschlechtsloser wäre. Wir müssten denn nicht wissen, dass unzählige Fälle vorgekommen sind, wo zwischen Schwester und Bruder bekannter und unbekannter Weise die sinnlichste Neigung stattgefunden. Überhaupt, fuhr Goethe fort, werden Sie bemerkt haben, dass Hinrichs bei Betrachtung der griechischen Tragödie ganz von der Idee ausgeht, und dass er sich auch den Sophokles als einen solchen denkt, der bei Erfindung und Anordnung seiner Stücke gleichfalls von einer Idee ausging und danach seine Charaktere und deren Geschlecht und Stand bestimmte. Sophokles ging aber bei seinen Stücken keineswegs von einer Idee aus. Vielmehr ergriff er irgendeine längst fertige Sage seines Volkes, worin bereits eine gute Idee vorhanden, und dachte nur darauf, diese für das Theater so gut und wirksam als möglich darzustellen. Den Aias wollen die Atreiden auch nicht beerdigen lassen, aber so wie in der Antigone die Schwester für den Bruder strebt, so strebt im Aias der Bruder für den Bruder. Dass sich des unbeerdigten Polyneikes die Schwester und des gefallenen Ayas der Bruder annimmt, ist zufällig und gehört nicht der Erfindung des Dichters, sondern der Überlieferung, welcher der Dichter folgte und folgen musste. Auch was er über die Handlungsweise des Kreon sagt, versetzte ich, scheint ebenso wenig Stich zu halten. Er sucht durchzuführen. Dass dieser bei dem Verbot der Beerdigung des Polyneikes aus reiner Staatstugend handle, und da nun Kreon nicht bloß ein Mann, sondern auch ein Fürst ist, so stellt er den Satz auf, dass, da der Mann die tragische Macht des Staates vorstelle, dieses kein anderer sein könne, als derjenige, welcher die Persönlichkeit des Staates selber sei, nämlich der Fürst, und dass von allen Personen der Mann als Fürst diejenige Person sei, welche die sittlichste Staatstugend übe. Das sind Behauptungen, erwiderte Goethe mit einigem Lächeln, an die wohl niemand glauben wird. Kreon handelt auch keineswegs aus Staatstugend, sondern aus Hass gegen den Toten. Wenn Polynikes sein väterliches Erbteil, woraus man ihn gewaltsam vertrieben wieder zu erobern suchte, so lag darin keineswegs ein so unerhörtes Vergehen gegen den Staat, dass sein Tod nicht genug gewesen wäre und dass es noch der Bestrafung des unschuldigen Leichnams bedurft hätte. Man sollte überhaupt nie eine Handlungsweise eine Staatstugend nennen, die gegen die Tugend im Allgemeinen geht wenn kreon den polyneikes zu beerdigen verbietet und durch den verwesenen leichnam nicht bloß die luft verpestet sondern auch ursache ist dass hunde und raubvögel die abgerissenen stücke des toten umherschleppen und damit sogar die altäre besudeln so ist eine solche menschen und götter beleidigende handlungsweise keineswegs eine staatstugend sondern vielmehr ein staatsverbrechen auch hat er das ganze Stück gegen sich. Er hat die Ältesten des Staats, welche den Chor bilden, gegen sich. Er hat das Volk im Allgemeinen gegen sich. Er hat den Tiresias gegen sich. Er hat seine eigene Familie gegen sich. Er aber hört nicht, sondern frevelt eigensinnig fort, bis er alle die Seinigen zugrunde gerichtet hat und er selber am Ende nur noch ein Schatten ist. Und doch, sagte ich, wenn man ihn reden hört, so sollte man glauben, dass er einiges Recht habe. Das ist's eben, erwiderte Goethe, worin Sophokles ein Meister ist, und worin überhaupt das Leben des Dramatischen besteht. Seine Charaktere besitzen alle eine solche Rede, Gabe und Wissen, die Motive ihrer Handlungsweise so überzeugend darzulegen, dass der Zuhörer fast immer auf der Seite dessen ist, der zuletzt gesprochen hat. Man sieht, er hat in seiner Jugend eine sehr tüchtige, rhetorische Bildung genossen, wodurch er denn geübt worden, alle in einer Sache liegenden Gründe und Scheingründe aufzusuchen. Doch verleitete ihn diese seine große Fähigkeit auch zu Fehlern, indem er mitunter in den Fall kam, zu weit zu gehen. So kommt in der Antigone eine Stelle vor, die mir immer als ein Flecken erscheint und worum ich vieles geben möchte, wenn ein tüchtiger Philologe uns bewiese, sie wäre eingeschoben und unecht. Nachdem nämlich die Heldin im Laufe des Stückes die herrlichsten Gründe für ihre Handlung ausgesprochen, und den Edelmut der reinsten Seele entwickelt hat, bringt sie zuletzt, als sie zum Tode geht, ein Motiv vor, das ganz schlecht ist und fast ans Komische streift. Sie sagt, dass sie das, was sie für ihren Bruder getan, wenn sie Mutter gewesen wäre, nicht für ihre gestorbenen Kinder und nicht für ihren gestorbenen Gatten getan haben würde. Denn, sagt sie, wäre mir ein Gatte gestorben, so hätte ich einen anderen genommen, und wären mir Kinder gestorben, so hätte ich mir von dem neuen Gatten andere Kinder zeugen lassen. Allein mit meinem Bruder ist es ein anderes. Ein Bruder kann ich nicht wieder bekommen, denn da mein Vater und meine Mutter tot sind, so ist niemand da, der ihn zeugen könnte. Dies ist wenigstens der nackte Sinn dieser Stelle, die nach meinem Gefühl in dem Munde einer zum Tode gehenden Heldin die tragische Stimmung stört und die mir überhaupt sehr gesucht und gar zu sehr als ein dialektisches Kalkül erscheint. Wie gesagt, ich möchte sehr gerne, dass ein guter Philologe uns bewiese, die Stelle sei unecht. Wir sprachen darauf über Sophokles weiter und dass er bei seinen Stücken weniger eine sittliche Tendenz vor Augen gehabt als eine tüchtige Behandlung seines jedesmaligen Gegenstandes, besonders mit Rücksicht auf theatralische Wirkung. Ich habe nichts dawider, sagte Goethe, dass ein dramatischer Dichter eine sittliche Wirkung vor Augen habe, allein wenn es sich darum handelt, seinen Gegenstand klar und wirksam vor den Augen des Zuschauers vorüberzuführen, so können ihm dabei seine sittlichen Endzwecke wenig helfen, und er muß vielmehr ein großes Vermögen der Darstellung und Kenntnis der Bretter besitzen, um zu wissen, was zu tun und zu lassen. Liegt im Gegenstande eine sittliche Wirkung, so wird sie auch hervorgehen, und hätte der Dichter weiter nichts im Auge als seines Gegenstandes wirksame und kunstgemäße Behandlung. Hat ein Poet den hohen Gehalt der Seele wie Sophokles, so wird seine Wirkung immer sittlich sein, er mag sich stellen, wie er wolle. Übrigens kannte er die Bretter und verstand sein Metier wie einer. Wie sehr er das Theater kannte, versetzte ich, und wie sehr er eine theatralische Wirkung im Auge hatte, sieht man an seinem Philoktet und der großen Ähnlichkeit, die dieses Stück in der Anordnung und dem Gange der Handlung mit dem Ödip in Kolonos hat. In beiden Stücken sehen wir den Helden in einem hilflosen Zustande, beide alt und an körperlichen Gebrechen leidend. Der Ödip hat als Stütze die führende Tochter zur Seite, der Philoktet den Bogen. Nun geht die Ähnlichkeit weiter. Beide hat man in ihrem Leiden verstoßen, aber nachdem das Orakel über beide ausgesagt, dass nur mit ihrer Hilfe der Sieg erlangt werden könne, so sucht man beide wieder habhaft zu werden. Zum Philoktet kommt der Odysseus, zum Ödip der Kreon. Beide beginnen ihre Reden mit List und süßen Worten, als aber diese nichts fruchten, so brauchen sie Gewalt. Und wir sehen den Philoktet des Bogens und den Ödip der Tochter beraubt. Solche Gewalttätigkeiten, sagte Goethe, gaben Anlass zu trefflichen Wechselreden, und solche hilflosen Zustände erregten die Gemüter des hörenden und schauenden Volkes. Weshalb denn solche Situationen vom Dichter, dem es um Wirkung auf sein Publikum zu tun war, gerne herbeigeführt wurden. Um diese Wirkung beim Ödip zu verstärken, lässt ihn Sophokles als schwachen Greis auftreten, da er doch allen Umständen nach noch ein Mann in seiner besten Blüte sein musste. Aber in so rüstigem Alter konnte ihn der Dichter in diesem Stück nicht gebrauchen, er hätte keine Wirkung getan, und er machte ihn daher zu einem schwachen, hilfsbedürftigen Greise. Die Ähnlichkeit mit dem Philoktet, fuhr ich fort geht weiter. Beide Helden des Stückes sind nicht handelnd, sondern duldend. Dagegen hat jeder dieser passiven Helden der handelnden Figuren zwei gegen sich: der Ödip, den Kreon und Polyneikes, der Philoktet – den Neoptolemos und Odys und zwei solcher gegenwirkenden Figuren waren nötig, um den Gegenstand von allen Seiten zur Sprache zu bringen und um auch für das Stück selbst die gehörige Fülle und Körperlichkeit zu gewinnen. Sie könnten noch hinzufügen, nahm Goethe das Wort, dass beide Stücke auch darin Ähnlichkeit haben, dass wir in beiden die höchst wirksame Situation eines freudigen Wechsels sehen indem dem einen Helden in seiner Trostlosigkeit die geliebte Tochter und dem anderen der nicht weniger geliebte Bogen zurückgegeben wird. Auch sind die versöhnenden Ausgänge beider Stücke sich ähnlich, indem beide Helden aus ihrem Leiden Erlösung erlangen. Der Ödip, in dem er selig entrückt wird, der Philoktet aber, indem wir durch Götterspruch seine Heilung vor Ilion durch den Eskolab voraussehen. Wenn wir übrigens, fuhr Goethe fort, für unsere modernen Zwecke lernen wollen, uns auf dem Theater zu benehmen, so wäre Molière der Mann, an den wir uns zu wenden hätten. Kennen Sie seinen Malade imaginaire? Es ist darin eine Szene, die mir so oft ich das Stück lese immer als Symbol einer vollkommenen Bretterkenntnis erscheint. Ich meine die Szene wo der eingebildete Kranke seine kleine Tochter Luison befragt, ob nicht in dem Zimmer ihrer älteren Schwester ein junger Mann gewesen. Nun hätte ein anderer, der das Metier nicht so gut verstand wie Molière, die kleine Luison das Faktum sogleich ganz einfach erzählen lassen, und es wäre getan gewesen. Was bringt aber Molière durch allerlei retardierende Motive in diese Examination für Leben und Wirkung, indem er die kleine Louison zuerst tun lässt, als verstehe sie ihren Vater nicht, dann leugnet, dass sie etwas wisse, dann von der Rute bedroht wie tot hinfällt, dann als der Vater in Verzweiflung ausbricht, aus ihrer fingierten Ohnmacht wieder schelmisch heiter aufspringt und zuletzt nach und nach alles gesteht. Diese meine Andeutung gibt Ihnen von dem Leben jenes Auftritts nur den allermagersten Begriff, aber lesen Sie die Szene selbst und durchdringen Sie sich von ihrem theatralischen Wert, und Sie werden gestehen, dass darin mehr praktische Lehre enthalten als in sämtlichen Theorien. Ich kenne und liebe Molière, fuhr Goethe fort, seit meiner Jugend. Und ich habe während meines ganzen Lebens von ihm gelernt. Ich unterlasse nicht, jährlich von ihm einige Stücke zu lesen, um mich immer im Verkehr des Vortrefflichen zu erhalten. Es ist nicht bloß das vollendete künstlerische Verfahren, was mich an ihm entzückt, sondern vorzüglich auch das liebenswürdige Naturell, das hochgebildete Innere des Dichters. Es ist in ihm eine Grazie und ein Takt für das Schickliche, und ein Ton des feinen Umgangs, wie es seine angeborene schöne Natur nur im täglichen Verkehr mit den vorzüglichsten Menschen seines Jahrhunderts erreichen konnte. Von Menander kenne ich nur die wenigen Bruchstücke, aber diese geben mir von ihm gleichfalls eine so hohe Idee, dass ich diesen großen Griechen für den einzigen Menschen halte, der mit Molière wäre zu vergleichen gewesen. Ich bin glücklich, erwiderte ich, Sie so gut über Molière reden zu hören. Das klingt freilich ein wenig anders als Herr von Schlegel. Ich habe noch in diesen Tagen in seinen Vorlesungen über dramatische Poesie mit großem Widerwillen verschluckt, was er über Molière sagt. Er behandelt ihn, wie Sie wissen, ganz von oben herab als einen gemeinen Possenreißer, der die gute Gesellschaft nur aus der Ferne gesehen und dessen Gewerbe es gewesen, zur Ergötzung seines Herrn allerlei Schwenke zu erfinden. In solchen niedrig lustigen Schwenken sei er noch am glücklichsten gewesen, doch habe er das Beste gestohlen. Zu der höheren Gattung des Lustspiels habe er sich zwingen müssen, und es sei ihm nie damit gelungen einem menschen wie schlegel erwiderte goethe ist freilich eine so tüchtige natur wie molière ein wahrer dorn im auge er fühlt daß er von ihm keine ader hat er kann ihn nicht ausstehen der misanthrop den ich als eins meiner liebsten stücke in der welt immer wieder lese ist ihm zuwider den tartuffe Lobt er gezwungenerweise ein bisschen, aber er setzt ihn sogleich wieder herab, so viel er nur kann. Dass Molière die Affektationen gelehrter Frauen lächerlich macht, kann Schlegel ihm nicht verzeihen. Er fühlt wahrscheinlich, wie einer meiner Freunde bemerkte, dass er ihn selbst lächerlich gemacht haben würde, wenn er mit ihm gelebt hätte. Es ist nicht zu leugnen, fuhr Goethe fort, Schlegel weiß unendlich viel, und man erschrickt fast über seine außerordentlichen Kenntnisse und seine große Belesenheit. Allein damit ist es nicht getan. Alle Gelehrsamkeit ist noch kein Urteil. Seine Kritik ist durchaus einseitig, indem er fast bei allen Theaterstücken bloß das Skelett der Fabel und Anordnung vor Augen hat und immer nur kleine Ähnlichkeiten mit großen Vorgängern nachweist, ohne sich im mindesten darum zu bekümmern, was der Autor uns von anmutigem Leben und Bildung einer hohen Seele entgegenbringt. Was helfen aber alle Künste des Talents, wenn aus einem Theaterstück uns nicht eine liebenswürdige oder große Persönlichkeit des Autors entgegenkommt, dieses einzige, was in die Kultur des Volkes übergeht. In der Art und Weise, wie Schlegel das französische Theater behandelt, finde ich das Rezept zu einem schlechten Rezensenten, dem jedes Organ für die Verehrung des Vortrefflichen mangelt, und der über eine tüchtige Natur und einen großen Charakter hingeht, als wäre es Spreu und Stoppel den shakespeare und calderon dagegen versetzte ich behandelt er gerecht und sogar mit entschiedener neigung beide erwiderte goethe sind freilich der art daß man über sie nicht gutes genug sagen kann wiewohl ich mich auch nicht wundern würde wenn schlegel sie gleichfalls ganz schmählich herabgesetzt hätte so ist er auch gegen Aeschylus und Sophokles gerecht, allein dies scheint nicht so wohl zu geschehen, weil er von ihrem ganz außerordentlichen Werte lebendig durchdrungen wäre, als weil es bei den Philologen herkömmlich ist, beide sehr hoch zu stellen. Denn im Grunde reicht doch Schlegels eigenes Persönchen nicht hin, so hohe Naturen zu begreifen und gehörig zu schätzen. Wäre dies, so müsste er auch gegen Euripides gerecht sein und auch gegen diesen ganz anders zu Werke gehen, als er getan. Von diesem weiß er aber, dass die Philologen ihn nicht eben sonderlich hochhalten, und er verspürt daher kein geringes Behagen, dass es ihm auf so große Autorität hin vergönnt ist, über diesen großen Alten ganz schändlich herzufallen und ihn zu Schulmeistern, wie er nur kann. Ich habe nichts dawider, daß Euripides seine Fehler habe. Allein er war von Sophokles und Echylos doch immerhin ein sehr ehrenwerter Mitstreiter. Wenn er nicht den hohen Ernst und die strenge Kunstvollendung seiner beiden Vorgänger besaß und dagegen als Theaterdichter die Dinge ein wenig lässlicher und menschlicher traktierte, so kannte er wahrscheinlich seine Athener hinreichend, um zu wissen, dass der von ihm angestimmte Ton für seine Zeitgenossen eben der rechte sei. Ein Dichter aber, den Sokrates seinen Freund nannte, den Aristoteles hochstellte, den Menander bewunderte, und um den Sophokles und die Stadt Athen bei der Nachricht von seinem Tode Trauerkleider anlegte, musste doch wohl in der Tat etwas sein. Wenn ein moderner Mensch wie Schlegel an einem so großen alten Fehler zu rügen hätte, so sollte es billig nicht anders geschehen, als auf den Knien, Sonntag, den 1. April 1827. Abends bei Goethe. Ich sprach mit ihm über die gestrige Vorstellung seiner Iphigenie, worin Herr Krüger vom Königlichen Theater zu Berlin den Orest spielte, und zwar zu großem Beifall. Das Stück, sagte Goethe, hat seine Schwierigkeiten. Es ist reich an innerem Leben, aber arm an äußerem dass aber das innere Leben hervorgekehrt werde, darin liegt's. Es ist voll der wirksamsten Mittel, die aus den mannigfaltigsten Gräuel hervorwachsen, die dem Stück zugrunde liegen. Das gedruckte Wort ist freilich nur ein matter Widerschein von dem Leben, das in mir bei der Erfindung rege war, aber der Schauspieler muß uns zu dieser ersten Glut, die den Dichter seinem Sujet gegenüber beseelte, wieder zurückbringen. Wir wollen von der Meerluft frisch angewehte, kraftvolle Griechen und Helden sehen, die von mannigfaltigen Übeln und Gefahren geängstigt und bedrängt stark herausreden, was ihnen das Herz im Busen gebietet. Aber wir wollen keine schwächlich empfindenden Schauspieler, die ihre Rollen nur so obenhin auswendig gelernt haben, am wenigsten aber solche, die ihre Rollen nicht einmal können. Ich muss gestehen, es hat mir noch nie gelingen wollen, eine vollendete Aufführung meiner Iphigenie zu erleben. Das war auch die Ursache, warum ich gestern nicht hineinging. Denn ich leide entsetzlich, wenn ich mich mit diesen Gespenstern herumschlagen muss, die nicht so zur Erscheinung kommen, wie sie sollten. Mit dem Orest, wie Herr Krüger ihn gab, sagte ich, würden sie wahrscheinlich zufrieden gewesen sein. Sein Spiel hatte eine Deutlichkeit, dass nichts begreiflicher, nichts fasslicher war als seine Rolle. Es drang sich alles ein, und ich werde seine Bewegungen und Worte nicht vergessen. Dasjenige, was in dieser Rolle der exaltierten Anschauung der Vision gehört, trat durch seine körperlichen Bewegungen und den veränderten abwechselnden Ton seiner Stimme so aus seinem Innern heraus, dass man es mit leiblichen Augen zu sehen glaubte. Beim Anblick dieses Orest hätte Schiller die Furien sicher nicht vermisst. Sie waren hinter ihm her, sie waren um ihn herum. Die bedeutende Stelle, wo Orest aus seiner Ermattung erwachend sich in die Unterwelt versetzt glaubt, gelangt zu hohem Erstaunen. Man sah die Reihen der Ahnherren in Gesprächen wandeln, man sah Orest sich ihnen gesellen, sie befragen und sich an sie anschließen, man fühlte sich selbst versetzt und in die Mitte dieser Seligen mit aufgenommen, so rein und tief war die Empfindung des Künstlers und so groß sein Vermögen, das Unfasslichste uns vor die Augen zu bringen. Ihr seid doch noch Leute, auf die sich wirken lässt, erwiderte Goethe lachend. Aber fahren Sie fort und sagen Sie weiter. Er scheint also wirklich gut gewesen zu sein und seine körperlichen Mittel von Bedeutung. Sein Organ, sagte ich, war rein und wohltönend, auch viel geübt und dadurch der höchsten Biegsamkeit und Mannigfaltigkeit fähig. Physische Kraft und körperliche Gewandtheit standen ihm sodann bei Ausführung aller Schwierigkeiten zur Seite. Es schien, dass er es sein Leben lang an der mannigfaltigsten körperlichen Ausbildung und Übung nicht hatte fehlen lassen. Ein Schauspieler, sagte Goethe, sollte eigentlich auch bei einem Bildhauer und Maler in die Lehre gehen. So ist ihm, um einen griechischen Helden darzustellen, durchaus nötig, dass er die auf uns gekommenen antiken Bildwerke wohl studiert und sich die ungesuchte Grazie ihres Sitzens, Stehens und Gehens wohl eingeprägt habe auch ist es mit dem körperlichen noch nicht getan er muß auch durch ein fleißiges studium der besten alten und neuen schriftsteller seinem geist eine große ausbildung geben welches ihm denn nicht bloß zum verständnis seiner rolle zugute kommen sondern auch seinem ganzen wesen und seiner ganzen haltung einen höheren anstrich geben wird doch erzählen sie weiter was war denn noch sonst gutes an ihm zu bemerken es schien mir, sagte ich, als habe ihm eine große Liebe für seinen Gegenstand beigewohnt. Er hatte durch ein emsiges Studium sich alles einzelne klar gemacht, so dass er in seinem Helden mit großer Freiheit lebte und webte und nichts übrig blieb, was nicht durchaus wäre das seinige geworden. Hieraus entstand denn ein richtiger Ausdruck und eine richtige Betonung jedes einzelnen Wortes, und eine solche Sicherheit, dass für ihn der Souffleur eine ganz überflüssige Person war. Das freut mich, sagte Goethe, und so ist es recht. Nichts ist schrecklicher, als wenn die Schauspieler nicht Herr ihrer Rolle sind und bei jedem neuen Satz nach dem Souffleur horchen müssen, wodurch ihr Spiel sogleich null ist und sogleich ohne alle Kraft und Leben. Wenn bei einem Stück wie meine Iphigenie die Schauspieler in ihren Rollen nicht durchaus fest sind, so ist es besser, die Aufführung zu unterlassen. Denn das Stück kann bloß Erfolg haben, wenn alles sicher, rasch und lebendig geht. Nun, nun, es ist mir lieb, dass es mit Krügern so gut abgelaufen. Zelte hatte ihn mir empfohlen, und es wäre mir fatal gewesen, wenn es mit ihm nicht so gut gegangen wäre, wie es ist. Ich werde ihm auch meinerseits einen kleinen Spaß machen und ihm ein hübsch eingebundenes Exemplar der Iphigenie zum Andenken verehren mit einigen eingeschriebenen Versen in Bezug auf sein Spiel. Das Gespräch lenkte sich auf die Antigone von Sophokles, auf die darin waltende hohe Sittlichkeit und endlich auf die Frage, wie das Sittliche in die Welt gekommen. Durch Gott selber erwiderte Goethe, wie alles andere Gute. Es ist kein Produkt menschlicher Reflexion, sondern es ist angeschaffene und angebotene schöne Natur. Es ist mehr oder weniger den Menschen im allgemeinen angeschaffen, im hohen Grade aber einzelnen ganz vorzüglich begabten Gemütern. Diese haben durch große Taten oder Lehren ihr göttliches Innere offenbart, welches sodann durch die Schönheit seiner Erscheinung die Liebe der Menschen ergriff und zur Verehrung und Nacheiferung gewaltig vorzog. Der Wert des sittlich Schönen und Guten aber konnte durch Erfahrung und Weisheit zum Bewusstsein gelangen, indem das Schlechte sich in seinen Folgen als ein solches erwies, welches das Glück des Einzelnen wie des Ganzen zerstörte, dagegen das Edle und Rechte als ein solches, welches das besondere und allgemeine Glück herbeiführte und befestigte. So konnte das Sittlich Schöne zur Lehre werden und sich als ein Ausgesprochenes über ganze Völkerschaften verbreiten. Ich las neulich irgendwo die Meinung ausgesprochen, versetzte ich, die griechische Tragödie habe sich die Schönheit des Sittlichen zum besonderen Gegenstand gemacht. Nicht sowohl das Sittliche, erwiderte Goethe, als das rein Menschliche in seinem ganzen Umfange, besonders aber in den Richtungen, wo es mit einer rohen Macht und Satzung in Konflikt geratend tragischer Natur werden konnte. In dieser Region lag denn freilich auch das Sittliche als ein Hauptteil der menschlichen Natur das sittliche der antigone ist übrigens nicht von sophokles erfunden sondern es lag im sujet welches aber sophokles um so lieber wählen mochte als es neben der sittlichen schönheit so viel dramatisch wirksames in sich hatte goethe sprach sodann über den charakter des kreon und der ismene und über die notwendigkeit dieser beiden figuren zur entwicklung der schönen seele der heldin alles Edle, sagt er, ist an sich stiller Natur und scheint zu schlafen, bis es durch Widerspruch geweckt und herausgefordert wird. Ein solcher Widerspruch ist Kreon, welcher teils der Antigone wegen da ist, damit sich ihre edle Natur und das Recht, was auf ihrer Seite liegt, an ihm hervorkehre, teils aber um sein Selbstwillen, damit sein unseliger Irrtum uns als ein Hassenswürdiges erscheine. Da aber Sophokles uns das hohe Innere seiner Heldin auch vor der Tat zeigen wollte, so mußte noch ein anderer Widerspruch da sein, woran sich ihr Charakter entwickeln konnte, und das ist die Schwester Ismene. In dieser hat der Dichter uns nebenbei ein schönes Maß des Gewöhnlichen gegeben, woran uns die ein solches Maß weit übersteigende Höhe der Antigone desto auffallender sichtbar wird. Das Gespräch wendete sich auf dramatische Schriftsteller im Allgemeinen und welche bedeutende Wirkung auf die große Masse des Volkes von ihnen ausgehe und ausgehen könne. Ein großer dramatischer Dichter, sagte Goethe, wenn er zugleich produktiv ist und ihm eine mächtige, edle Gesinnung beiwohnt, die alle seine Werke durchdringt, kann erreichen, dass die Seele seiner Stücke zur Seele des Volkes wird. Ich dächte, das wäre etwas, das wohl der Mühe wert wäre. Von Corneille ging eine Wirkung aus, die fähig war, Heldenseelen zu bilden. Das war etwas für Napoleon, der ein Heldenvolk nötig hatte, weshalb er denn von Corneille sagte, dass wenn er noch lebte, er ihn zum Fürsten machen würde. Ein dramatischer Dichter, der seine Bestimmung kennt, soll daher unablässig an seiner höheren Entwicklung arbeiten, damit die Wirkung, die von ihm auf das Volk ausgeht, eine wohltätige und edle sei man studiere nicht die mitgeborenen und mitstrebenden sondern große menschen der vorzeit deren werke seit jahrhunderten gleichen wert und gleiches ansehen behalten haben ein wirklich hochbegabter mensch wird das bedürfnis dazu ohne dies in sich fühlen und gerade dieses bedürfnis des umgangs mit großen vorgängern ist das zeichen einer höheren anlage man studiere Molière, man studiere Shakespeare, aber vor allen Dingen die alten Griechen und immer die Griechen. Für hochbegabte Naturen, bemerkte ich, mag das Studium der Schriften des Altertums allerdings ganz unschätzbar sein, allein im allgemeinen scheint es auf den persönlichen Charakter wenig Einfluss auszuüben. Wenn das wäre, so müssten ja alle Philologen und Theologen die vortrefflichsten Menschen sein. Dies ist aber keineswegs der Fall, und es sind solche Kenner der griechischen und lateinischen Schriften des Altertums eben tüchtige Leute oder auch arme Wichte, je nach den guten oder schlechten Eigenschaften, die Gott in ihre Natur gelegt, oder die sie von Vater und Mutter mitbrachten. Dagegen ist nichts zu erinnern, erwiderte Goethe. Aber damit ist durchaus nicht gesagt, dass das Studium der Schriften des Altertums für die Bildung eines Charakters überhaupt ohne Wirkung wäre. Ein Lump bleibt freilich ein Lump, und eine kleinliche Natur wird durch einen selbsttäglichen Verkehr mit der Großheit antiker Gesinnung um keinen Zoll größer werden. Allein ein edler Mensch, in dessen Seele Gott die Fähigkeit künftiger Charaktergröße und Geisteshoheit gelegt, wird durch die Bekanntschaft und den vertraulichen Umgang mit den erhabenen Naturen griechischer und römischer Vorzeit sich auf das Herrlichste entwickeln und mit jedem Tage zusehends zu ähnlicher Größe heranwachsen. Mittwoch, den 18. April 1827, mit Goethe vor Tisch spazieren gefahren, eine Strecke die Straße nach Erfurt hinaus. Es begegnete uns allerhand Frachtfuhrwerk mit Waren für die Leipziger Messe, auch einige Züge Koppelpferde, worunter sehr schöne Tiere. Ich muss über die Ästhetiker lachen, sagte Goethe, welche sich abquälen, dasjenige Unaussprechliche, wofür wir den Ausdruck schön gebrauchen, durch einige abstrakte Worte in einen Begriff zu bringen. Das Schöne ist ein Urphänomen, das zwar nie selber zur Erscheinung kommt, dessen Abglanz aber in tausend verschiedenen Äußerungen des schaffenden Geistes sichtbar wird und so mannigfaltig und so verschiedenartig ist, als die Natur selber. Ich habe oft aussprechen hören, sagte ich, die Natur sei immer schön, sie sei die Verzweiflung des Künstlers, in dem er selten fähig sei, sie ganz zu erreichen. Ich weiß wohl, erwiderte Goethe, dass die Natur oft einen unerreichbaren Zauber entfaltet, allein ich bin keineswegs der Meinung, dass sie in allen ihren Äußerungen schön sei. Ihre Intentionen sind zwar immer gut, allein die Bedingungen sind es nicht, die dazu gehören, sie stets vollkommen zur Erscheinung gelangen zu lassen. So ist die Eiche ein Baum, der sehr schön sein kann. Doch wie viele günstige Umstände müssen zusammentreffen, ehe es der Natur einmal gelingt, ihn wahrhaft schön hervorzubringen. Wächst die Eiche im Dickicht des Waldes heran, von bedeutenden Nachbarstämmen umgeben, so wird ihre Tendenz immer nach oben gehen, immer nach freier Luft und Licht. Nach den Seiten hin wird sie nur wenige schwache Äste treiben, und auch diese werden im Laufe des Jahrhunderts wieder verkümmern und abfallen. Hat sie aber endlich erreicht, sich mit ihrem Gipfel oder im Freien zu fühlen, so wird sie sich beruhigen und nun anfangen, sich nach den Seiten hin auszubreiten und eine Krone zu bilden. Allein sie ist auf dieser Stufe bereits über ihr mittleres Alter hinaus, ihr Bestreben, sich jetzt noch nach der Breite hin mächtig zu erweisen, wird nicht mehr den rechten Erfolg haben. Hoch, stark und schlankstämmig wird sie nach vollendetem Wuchse dastehen, doch ohne ein solches Verhältnis zwischen Stamm und Krone, um in der Tat schön zu sein. Wächst hinwieder die Eiche an feuchten, sumpfigen Orten und ist der Boden zu nahrhaft, so wird sie bei gehörigem Raum frühzeitig viele Äste und Zweige nach allen Seiten treiben, es werden jedoch die widerstrebenden, retardierenden Einwirkungen fehlen, das knorrige, eigensinnige, zackige wird sich nicht entwickeln, und aus einiger Ferne gesehen wird der Baum ein schwaches, lindenartiges Ansehen gewinnen, und er wird nicht schön sein, wenigstens nicht als Eiche. Wächst sie endlich an bergigen Abhängen auf dürftigem, steinigtem Erdreich, so wird sie zwar im Übermaß zackig und knorrig erscheinen, allein es wird ihr an freier Entwicklung fehlen, sie wird in ihrem Wuchs frühzeitig kümmern und stocken, und sie wird nie erreichen, dass man von ihr sage, es walte in ihr etwas, das fähig sei, uns in Erstaunen zu setzen. Ich freue mich dieser guten Worte. Sehr schöne Eichen, sagte ich, habe ich gesehen, als ich vor einigen Jahren von Göttingen aus mitunter kleine Touren ins Wesertal machte. Besonders mächtig fand ich sie im Solling, in der Gegend von Höxter. Ein sandiger oder mit Sand gemischter Boden, fuhr Goethe fort, wo ihr nach allen Richtungen hin mächtige Wurzeln zu treiben vergünnt ist, scheint ihr am günstigsten zu sein. Und dann will sie einen Stand, der ihr gehörigen Raum gewährt, alle Einwirkungen von Licht und Sonne und Regen und Wind von allen Seiten her in sich aufzunehmen. Im behaglichen Schutz vor Wind und Wetter heranwachsen, wird aus ihr nichts, aber ein hundertjähriger Kampf mit den Elementen macht sie stark und mächtig, so dass nach vollendetem Wuchs ihre Gegenwart uns Erstaunen und Bewunderung einflößt. Könnte man nicht aus diesen ihren Andeutungen, versetzte ich, ein Resultat ziehen und sagen ein Geschöpf sei dann schön, wenn es zu dem Gipfel seiner natürlichen Entwicklung gelangt sei? Recht wohl, erwiderte Goethe, doch müsste man zuvor aussprechen, was man unter dem Gipfel der natürlichen Entwicklung wolle verstanden haben. Ich würde damit, erwiderte ich, diejenige Periode des Wachstums bezeichnen, wo der Charakter, der diesem oder jenem Geschöpf eigentümlich ist, vollkommen ausgeprägt erscheint. In diesem Sinne, erwiderte Goethe, wäre nichts dagegen einzuwenden, besonders wenn man noch hinzufügte, dass zu solchem vollkommen ausgeprägten Charakter zugleich gehöre, dass der Bau der verschiedenen Glieder eines Geschöpfes, dessen Naturbestimmung angemessen und also zweckmäßig sei. So wäre zum Beispiel ein mannbares Mädchen, dessen Naturbestimmung ist, Kinder zu gebären und Kinder zu säugen, nicht schön ohne gehörige Breite des Beckens und ohne gehörige Fülle der Brüste. Doch wäre auch ein zu viel nicht schön, denn das würde über das zweckmäßige hinausgehen. Warum konnten wir vorhin einige der Reitpferde, die uns begegneten, schön nennen, als eben wegen der Zweckmäßigkeit ihres Baues? Es war nicht bloß das zierliche, leichte, graziöse ihrer Bewegungen, sondern noch etwas mehr, worüber ein guter Reiter und Pferdekenner reden müsste, wovon wir anderen bloß den allgemeinen Eindruck empfinden. Könnte man nicht auch, sagte ich, einen Karrengaul schön nennen, wie uns vorhin einige sehr starke vor den Frachtwagen der Brabanter Fuhrleute begegneten? Allerdings, erwiderte Goethe. Und warum nicht? Ein Maler fände an dem stark ausgeprägten Charakter, an dem mächtigen Ausdruck von Knochen, Sehnen und Muskeln eines solchen Tieres wahrscheinlich noch ein weit mannigfaltigeres Spiel von allerlei Schönheiten als an dem milderen, Egaleren Charakter eines zierlichen Reitpferdes. Die Hauptsache ist immer, fuhr Goethe fort, daß die Rasse rein und der Mensch nicht seine verstümmelnde Hand angelegt hat. Ein Pferd, dem Schweif und Mähne abgeschnitten, ein Hund mit gestutzten Ohren, ein Baum, dem man die mächtigsten Zweige genommen und das übrige kugelförmig geschnitzelt hat, und über alles eine Jungfrau, deren Leib von Jugend auf durch Schnürbrüste verdorben und entstellt worden, alles dies sind Dinge, von denen sich der gute Geschmack abwendet und die bloß in dem Schönheitskatechismus der Philister ihre Stelle haben. Unter diesen und ähnlichen Gesprächen waren wir wieder zurückgekehrt. Wir machten vor Tisch noch einige Gänge im Hausgarten. Das Wetter war sehr schön. Die Frühlingssonne fing an, mächtig zu werden und an Büschen und Hecken schon allerlei Laub und Blüten hervorzulocken. Goethe war voller Gedanken und Hoffnungen eines genussreichen Sommers. Darauf bei Tisch waren wir sehr heiter. Der junge Goethe hatte die Helena seines Vaters gelesen und sprach darüber mit vieler Einsicht eines natürlichen Verstandes. Über den im antiken Sinne gedichteten Teil ließ er eine entschiedene Freude blicken, während ihm die opernartige romantische Hälfte, wie man merken konnte, beim Lesen nicht lebendig geworden. Du hast im Grunde recht, und es ist ein eigenes Ding, sagte Goethe. Man kann zwar nicht sagen, dass das Vernünftige immer schön sei, allein das Schöne ist doch immer vernünftig. Oder wenigstens, es sollte so sein. Der antike Teil gefällt dir aus dem Grund, weil er fasslich ist, weil du die einzelnen Teile übersehen und du meiner Vernunft mit der Deinigen beikommen kannst. In der zweiten Hälfte ist zwar auch allerlei Verstand und Vernunft gebraucht und verarbeitet worden, Allein, es ist schwer und erfordert einiges Studium, ehe man den Dingen beikommt und ehe man mit eigener Vernunft die Vernunft des Autors wieder herausfindet. Goethe sprach darauf mit allerlei Lob und Anerkennung über die Gedichte der Madame Tastu, mit deren Lektüre er sich in diesen Tagen beschäftigt. Als die übrigen gingen und ich mich auch anschickte zu gehen, bat er mich noch ein wenig zu bleiben. Er ließ sein Portefeuille mit Kupferstichen und Radierungen niederländischer Meister herbeibringen. Ich will Sie doch, sagte er, zum Nachtisch noch mit etwas Gutem traktieren. Mit diesen Worten legte er mir ein Blatt vor, eine Landschaft von Rubens. Sie haben, sagte er, dieses Bild zwar schon bei mir gesehen, allein. Man kann etwas Vortreffliches nicht oft genug betrachten, und diesmal handelt es sich noch dazu um etwas ganz Besonderes. Möchten Sie mir wohl sagen, was Sie sehen? Nun, sagte ich, wenn ich von der Tiefe anfange, so haben wir im äußersten Hintergrunde einen sehr hellen Himmel, wie eben nach Sonnenuntergang, dann gleichfalls in der äußersten Ferne ein Dorf und eine Stadt in der Helle des Abendlichtes. In der Mitte des Bildes so dann einen Weg, worauf eine Herde Schafe dem Dorf zueilt. Rechts im Bild allerlei Heuhaufen und einen Wagen, der soeben vollgeladen worden angeschirrte Pferde grasen in der Nähe, ferner, seitwärts in Gebüschen zerstreut, mehrere weidende Stuten mit ihren Fohlen, die das Ansehen haben, als würden sie in der Nacht draußen bleiben, sodann näher dem Vordergrunde zu eine Gruppe großer Bäume, und zuletzt ganz im Vordergrunde links verschiedene nach Hause gehende Arbeiter. Gut, sagte Goethe, das wäre wohl alles. Aber die Hauptsache fehlt noch. Alle diese Dinge, die wir dargestellt sehen, die Herde, Schafe, der Wagen mit Heu, die Pferde, die nach Hause gehenden Feldarbeiter, von welcher Seite sind sie beleuchtet? Sie haben das Licht, sagte ich, auf der uns zugekehrten Seite und werfen die Schatten in das Bild hinein. Besonders die nach Hause gehenden Feldarbeiter im Vordergrund sind sehr im Hellen, welches einen trefflichen Effekt tut. Wodurch hat aber Rubens diese schöne Wirkung hervorgebracht? Dadurch, antwortete ich, dass er diese hellen Figuren auf einem dunklen Grund erscheinen lässt. Aber dieser dunkle Grund, erwiderte Goethe, wodurch entsteht er? Es ist der mächtige Schatten, sagte ich, den die Baumgruppe den Figuren entgegenwirft. Aber wie fuhr ich mit Überraschung fort? Die Figuren werfen die Schatten in das Bild hinein. Die Baumgruppe dagegen wirft den Schatten den Beschauern entgegen. Da haben wir ja das Licht von zwei entgegengesetzten Seiten, welches aber ja gegen alle Natur ist. Das ist eben der Punkt, erwiderte Goethe mit einigem Lächeln. Das ist es, wodurch Rubens sich groß erweist und an den Tag legt, dass er mit freiem Geist über der Natur steht und sie seinen höheren Zwecken gemäß traktiert. Das doppelte Licht ist allerdings gewaltsam und Sie können immerhin sagen, es sei gegen die Natur. Allein wenn es gegen die Natur ist, so sage ich zugleich, es sei höher als die Natur, so sage ich, es sei der kühne Griff des Meisters, wodurch er auf geniale Weise an den Tag legt, dass die Kunst der natürlichen Notwendigkeit nicht durchaus unterworfen ist, sondern ihre eigenen Gesetze hat. Der Künstler, vor Goethe fort, muss freilich die Natur im Einzelnen treu und fromm nachbilden. Er darf in dem Knochenbau und der Lage von Sehnen und Muskeln eines Tieres nichts willkürlich ändern, so dass dadurch der eigentümliche Charakter verletzt würde, denn das hieße die Natur vernichten. Allein in den höheren Regionen des künstlerischen Verfahrens, wodurch ein Bild zum eigentlichen Bild wird, hat er ein freieres Spiel, und er darf hier sogar zu Fiktionen schreiten, wie Rubens in dieser Landschaft mit dem doppelten Licht getan. Der Künstler hat zur Natur ein zwiefaches Verhältnis. Er ist ihr Herr und ihr Sklave zugleich. Er ist ihr Sklave, indem er mit irdischen Mitteln wirken muss, um verstanden zu werden. Ihr Herr aber, insofern er diese irdischen Mittel seinen höheren Intentionen unterwirft und ihnen dienstbar macht. Der Künstler will zur Welt durch ein Ganze sprechen, dieses Ganze aber findet er nicht in der Natur, sondern es ist die Frucht seines eigenen Geistes oder, wenn Sie wollen, des Anwehens eines befruchtenden göttlichen Odems. Betrachten wir diese Landschaft von Rubens nur so oben hin, so kommt uns alles so natürlich vor, als sei es nur geradezu von der Natur abgeschrieben. Es ist aber nicht so. Ein so schönes Bild ist nie in der Natur gesehen worden, ebenso wenig als eine Landschaft von Poussin oder Claude Laurent, die uns auch sehr natürlich erscheint, die wir aber gleichfalls in der Wirklichkeit vergebend suchen. Ließen Sie nicht auch, sagte ich, ähnliche kühne Züge künstlerischer Fiktion wie dieses doppelte Licht von Rubens in der Literatur finden? Da brauchen wir nicht eben weit zu gehen, erwiderte Goethe nach einigem Nachdenken. Ich könnte sie Ihnen im Shakespeare zu Dutzenden nachweisen. Nehmen Sie nur den Macbeth. Als die Lady ihren Gemahl zur Tat begeistern will, sagt sie, ich habe Kinder aufgesäugt. Ob dieses wahr ist oder nicht, kommt gar nicht darauf an, aber die Lady sagt es, und sie muß es sagen, um ihrer Rede dadurch Nachdruck zu geben. Im späteren Verlauf des Stückes aber, als Macduff die Nachricht von dem Untergang der Seinen erfährt, ruft er im wilden Grimme aus Er hat keine Kinder. Diese Worte des Macduff kommen also mit denen der Lady in Widerspruch. Aber das kümmert Shakespeare nicht. Ihm kommt es auf die Kraft der jedesmaligen Rede an. Und so wie die Lady zum höchsten Nachdruck ihrer Worte sagen mußte: Ich habe Kinder aufgesäugt, so mußte auch zu eben diesem Zweck Macduff sagen: Er hat keine Kinder. Überhaupt, fuhr Goethe fort, sollen wir es mit dem Pinselstriche eines Malers oder dem Worte eines Dichters nicht so genau und kleinlich nehmen, vielmehr wollen wir ein Kunstwerk, das mit kühnem und freiem Geist gemacht worden, auch womöglich mit ebensolchem Geist wieder anschauen und genießen. So wäre es töricht, wenn man aus den Worten des Macbeth Gebier mir keine Töchter, den Schluss ziehen wollte, die Lady sei ein ganz jugendliches Wesen, das noch nicht geboren habe. Und ebenso töricht wäre es, wenn man weiter gehen und verlangen wollte, die Lady müsse auf der Bühne als eine solche sehr jugendliche Person dargestellt werden. Shakespeare lässt den Macbeth diese Worte keineswegs sagen, um damit die Jugend der Lady zu beweisen, sondern diese Worte, wie die vorhin angeführten der Lady und des Macduff, sind bloß rhetorischer Zwecke wegen da und wollen weiter nichts beweisen, als dass der Dichter seine Personen jedes Mal das reden lässt, was eben an dieser Stelle gehörig, wirksam und gut ist. Ohne sich viel und ängstlich zu bekümmern und zu kalkulieren, ob diese Worte vielleicht mit einer anderen Stelle in scheinbarem Widerspruch geraten möchte. Überhaupt hat Shakespeare bei seinen Stücken schwerlich daran gedacht, dass sie als gedruckte Buchstaben vorliegen würden, die man überzählen und gegeneinander vergleichen und berechnen möchte. Vielmehr hat er die Bühne vor Augen, als er schrieb, er sah seine Stücke als ein bewegliches, lebendiges an, das von den Brettern herab den Ohren und Augen rasch vorbeifließen würde, das man nicht festhalten, und im Einzelnen bekritteln könnte und wobei es bloß darauf ankam, immer nur im gegenwärtigen Moment wirksam und bedeutend zu sein. Dienstag, den 24. April 1827. August Wilhelm von Schlegel ist hier. Goethe machte mit ihm vor Tisch eine Spazierfahrt ums Webicht und gab ihm zu Ehren diesen Abend einen großen Tee, wobei auch Schlegels Reisegefährte, Herr Dr. Lassen, gegenwärtig. Alles in Weimar, was irgend Namen und Rang hatte, war dazu eingeladen so dass das Getreibe in Goethes Zimmer groß war. Herr von Schlegel war ganz von Damen umringt, den er aufgerollte schmale Streifen mit indischen Götterbildern vorzeigte, sowie den ganzen Text von zwei großen indischen Gedichten, von denen außer ihm selbst und Dr. Lassen wahrscheinlich niemand etwas verstand. Schlegel war höchst sauber angezogen und höchst jugendlichen, blühenden Ansehens, so daß einige der Anwesenden behaupten wollten, er scheine nicht unerfahren in Anwendung kosmetischer Mittel. Goethe zog mich in ein Fenster. Nun, wie gefällt er Ihnen? Noch ganz so wie sonst, erwiderte ich. Er ist freilich in vieler Hinsicht kein Mann, fuhr Goethe fort, aber doch kann man ihm seiner vielseitigen gelehrten Kenntnisse und seiner großen Verdienste wegen schon etwas zugute halten. Mittwoch, den 25. April 1827, bei Goethe zu Tisch mit Herrn Dr. Lassen. Schlegel war heute abermals an Hof zur Tafel gezogen. Herr Lassen entwickelte große Kenntnisse der indischen Poesie, die Goethe höchst willkommen zu sein schienen, um sein eigenes, immerhin nur sehr lückenhaftes Wissen in diesen Dingen zu ergänzen. Ich war abends wieder einige Augenblicke bei Goethe. Er erzählte mir, dass Schlegel in der Dämmerung bei ihm gewesen und dass er mit ihm ein höchst bedeutendes Gespräch über literarische und historische Gegenstände geführt, das für ihn sehr belehrend gewesen. Nur muss man, fügt er hinzu, keine Trauben von den Dornen und keine Feigen von den Disteln verlangen. Übrigens ist alles ganz vortrefflich. Donnerstag, den 3. Mai 1827. Die höchst gelungene Übersetzung der dramatischen Werke Goethes von Stapfer hat in dem zu Paris erscheinenden Globe des vorigen Jahres durch Herrn J.J. J. Ampère eine Beurteilung gefunden, die nicht weniger vortrefflich ist und die Goethe so angenehm berührte, dass er sehr oft darauf zurückkam und sich sehr oft mit großer Anerkennung darüber ausließ. Der Standpunkt des Herrn Ampère, sagt er, ist ein sehr hoher. Wenn deutsche Rezensenten bei ähnlichen Anlässen gern von der Philosophie ausgehen und bei Betrachtung und Besprechung eines dichterischen Erzeugnisses auf eine Weise verfahren, dass dasjenige, was sie zu dessen Aufklärung beibringen, nur Philosophen, ihrer eigenen Schule zugänglich, für andere Leute aber weit dunkler ist, als das Werk, das sie erläutern wollen, selber. So benimmt sich dagegen Herr Ampere durchaus praktisch und menschlich. Als einer, der das Metier aus dem Grunde kennt, zeigt er die Verwandtschaft des Erzeugten mit dem Erzeuger und beurteilt die verschiedenen poetischen Produktionen als verschiedene Früchte verschiedener Lebensepochen des Dichters. Er hat den abwechselnden Gang meiner Seelenzustände im tiefsten studiert und sogar die Fähigkeit gehabt, das zu sehen, was ich nicht ausgesprochen und was sozusagen nur zwischen den Zeilen zu lesen war. Wie richtig hatte bemerkt, daß ich in den ersten zehn Jahren meines weimarischen Dienst- und Hoflebens so gut wie gar nichts gemacht, daß die Verzweiflung mich nach Italien getrieben und daß ich dort mit neuer Lust zum Schaffen die Geschichte des Tasso ergriffen, um mich in Behandlung dieses angemessenen Stoffes von demjenigen frei zu halten, was mir noch aus meinen weimarischen Eindrücken und Erinnerungen Schmerzliches und Lästiges anklebte sehr treffend nennt er daher auch den tasso einen gesteigerten werter sodann über den faust äußerte er sich nicht weniger geistreich indem er nicht bloß das düstere unbefriedigte streben der hauptfigur sondern auch den hohen und die herbe ironie des mephistopheles als teile meines eigenen wesens bezeichnet in dieser und ähnlicher anerkennender Weise sprach Goethe über Herrn Ampère sehr oft. Wir fassten für ihn ein entschiedenes Interesse. Wir suchten uns seine Persönlichkeit klarzumachen. Und wenn uns dieses auch nicht gelingen konnte, so waren wir doch darüber einig, dass es ein Mann von mittleren Jahren sein müsse, um die Wechselwirkung von Leben und Dichten so aus dem Grunde zu verstehen. Sehr überrascht waren wir daher, als Herr Ampère vor einigen Tagen in Weimar eintraf und sich uns als ein lebensfroher Jüngling von einigen 20 Jahren darstellte, und nicht weniger überrascht waren wir, als er gegen uns im Laufe eines weiteren Verkehrs äußerte, dass sämtliche Mitarbeiter des Globe, dessen Weisheit, Mäßigung und hohe Bildungsstufe wir oft bewundert, lauter junge Leute wären wie er. Ich begreife wohl, sagte ich, dass einer jung sein kann, um Bedeutendes zu produzieren und gleich Mary May im zwanzigsten Jahre treffliche Stücke zu schreiben, allein, dass einem bei ähnlich jungen Jahren eine solche Übersicht und so tiefe Einblicke zu Gebote stehen, um eine solche Höhe des Urteils zu besitzen, wie die Herren des Globe, das ist mir durchaus etwas Neues. Ihnen in Ihrer Heide, erwiderte Goethe, ist es freilich nicht so leicht geworden, und auch wir anderen im mittleren Deutschland haben unser bisschen Weisheit schwer genug erkaufen müssen. Denn wir führen doch im Grunde alle ein isoliertes, armseliges Leben. Aus dem eigentlichen Volke kommt uns sehr wenig Kultur entgegen, und unsere sämtlichen Talente und guten Köpfe sind über ganz Deutschland ausgesät. Da sitzt einer in Wien, ein anderer in Berlin, ein anderer in Königsberg, ein anderer in Bonn oder Düsseldorf, alle durch fünfzig bis hundert Meilen voneinander getrennt, so dass persönliche Berührungen und ein persönlicher Austausch von Gedanken zu den Seltenheiten gehört. Was dies aber wäre, empfinde ich, wenn Männer wie Alexander von Humboldt hier durchkommen und mich in dem, was ich suche und mir zu wissen, nötig, in einem einzigen Tage weiterbringen, als ich sonst auf meinem einsamen Weg in Jahren nicht erreicht hätte. Nun aber denken Sie sich eine Stadt wie Paris, wo die vorzüglichsten Köpfe eines großen Reiches auf einem einzigen Fleck beisammen sind und in täglichem Verkehr Kampf und Wetteifer sich gegenseitig belehren und steigern, wo das Beste aus allen Reichen der Natur und der Kunst des ganzen Erdbodens der täglichen Anschauung offen steht. Diese Weltstadt, denken Sie sich, wo jeder Gang über eine Brücke oder einen Platz an eine große Vergangenheit erinnert und wo an jeder Straßenecke ein Stück Geschichte sich entwickelt hat und zu diesem allen denken Sie sich nicht das Paris einer dumpfen, geistlosen Zeit, sondern das Paris des neunzehnten Jahrhunderts, in welchem seit drei Menschenaltern durch Männer wie Molière, Voltaire, Diderot und ihresgleichen eine solche Fülle von Geist in Kurs gesetzt ist, wie sie sich auf der ganzen Erde auf einem einzigen Fleck nicht zum zweiten Mal findet. Und Sie werden begreifen, dass ein guter Kopf wie Ampère in solcher Fülle aufgewachsen in seinem vierundzwanzigsten Jahr wohl etwas sein kann. Sie sagten doch vorhin, fuhr Goethe fort, Sie könnten sich sehr wohl denken, dass einer in seinem zwanzigsten Jahr so gute Stücke schreiben könne wie Mérimée. Ich habe gar nichts dawider und bin auch im Ganzen recht wohl Ihrer Meinung, dass eine jugendlich tüchtige Produktion leichter sei, als ein jugendlich tüchtiges Urteil. Allein in Deutschland soll einer es wohl bleiben lassen, so jung wie Merimee etwas so Reifes hervorzubringen, als er in den Stücken seiner Clara Gasyl getan. Es ist wahr, Schiller war recht jung, als er seine Räuber, seine Kabale und Liebe und seinen Fiesco schrieb. Allein, wenn wir aufrichtig sein wollen, so sind doch alle diese Stücke mehr Äußerungen eines außergewöhnlichen Talents, als dass sie von großer Bildungsreife des Autors zeugten. Daran ist aber nicht Schiller schuld, sondern der Kulturzustand seiner Nation und die große Schwierigkeit, die wir alle erfahren, uns auf einsamen Wegen durchzuhelfen. Nehmen Sie dagegen Béranger. Er ist der Sohn armer Eltern, der Abkömmling eines armen Schneiders, dann armer Buchdruckerlehrling, dann mit kleinem Gehalt angestellt in irgendeinem Büro. Er hat nie eine gelehrte Schule, nie eine Universität besucht. Und doch sind seine Lieder so voll reifer Bildung, so voll Grazie, so voll Geist und feinster Ironie und von einer solchen Kunstvollendung und meisterhaften Behandlung der Sprache, dass er nicht bloß die Bewunderung von Frankreich, sondern des ganzen gebildeten Europas hat. Denken Sie sich aber diesen selben Béranger anstatt in Paris geboren und in dieser Weltstadt herangekommen, als den Sohn eines armen Schneiders zu Jena oder Weimar, und lassen Sie ihn seine Laufbahn an gedachten kleinen Orten gleich kümmerlich fortsetzen, und fragen Sie sich, welcher Früchte dieser selbe Baum, in einem solchen Boden und in einer solchen Atmosphäre aufgewachsen, Wohlwürde getragen haben. Also, mein Guter, ich wiederhole es, es kommt darauf an, dass in einer Nation viel Geist und tüchtige Bildung im Kurs sei, wenn ein Talent sich schnell und freudig entwickeln soll. Wir bewundern die Tragödien der alten Griechen. Allein recht besehen, sollten wir mehr die Zeit und die Nation bewundern, in der sie möglich waren, als die einzelnen Verfasser. Denn wenn auch diese Stücke unter sich ein wenig verschieden, und wenn auch der eine dieser Poeten ein wenig größer und vollendeter erscheint als der andere, so trägt doch im groben und ganzen betrachtet alles nur einen einzigen durchgehenden Charakter. Dies ist der Charakter des Großartigen, des Tüchtigen, des Gesunden, des Menschlich Vollendeten, der hohen Lebensweisheit, der erhabenen Denkungsweise, der rein kräftigen Anschauung und welche Eigenschaften man noch sonst aufzählen könnte. Finden sich nun aber alle diese Eigenschaften nicht bloß in den auf uns gekommenen dramatischen, sondern auch in den lyrischen und epischen Werken, Finden wir sie ferner bei den Philosophen, Rhetoren und Geschichtsschreibern und in gleich hohem Grade in den auf uns gekommenen Werken der bildenden Kunst, so muss man sich wohl überzeugen, dass solche Eigenschaften nicht bloß einzelnen Personen anhaften, sondern dass sie der Nation und der ganzen Zeit angehören und in ihr im Kurs waren. Nehmen Sie Burns, wodurch ist er groß, als dass die alten Lieder seiner Vorfahren im Munde des Volkes lebten, dass sie ihm sozusagen bei der Wiege gesungen wurden, dass er als Knabe unter ihnen heranwuchs und die hohe Vortrefflichkeit dieser Muster sich ihm so einlebte, dass er darin eine lebendige Basis hatte, worauf er weiterschreiten konnte. Und ferner. Wodurch ist er groß, als dass seine eigenen Lieder in seinem Volke sogleich empfängliche Ohren fanden, dass sie ihm alsobald im Felde von Schnittern und Binderinnen entgegenklangen, und er in der Schenke von heiteren Gesellen damit begrüßt wurde? Da konnte es freilich etwas werden. Wie ärmlich sieht es dagegen bei uns Deutschen aus? Was lebte denn in meiner Jugend von unseren nicht weniger bedeutenden alten Liedern im eigentlichen Volke? Herder und seine Nachfolger mussten erst anfangen, sie zu sammeln und der Vergessenheit zu entreißen. Dann hatte man sie doch wenigstens gedruckt in Bibliotheken. Und später, was haben nicht Bürger und Foss für Lieder gedichtet? Wer wollte sagen, dass sie geringer und weniger volkstümlich wären als die des vortrefflichen Burns? Allein was ist davon lebendig geworden, so dass es uns aus dem Volk wieder entgegenklänge? Sie sind geschrieben und gedruckt worden und stehen in Bibliotheken, ganz gemäß dem allgemeinen Lose deutscher Dichter. Von meinen eigenen Liedern. Was lebt denn? es wird wohl eins und das andere einmal von einem hübschen mädchen am klavier gesungen allein im eigentlichen volk ist alles still mit welchen empfindungen muß ich der zeit gedenken wo italienische schiffe mir stellen des tasso sangen wir deutschen sind von gestern wir haben zwar seit einem jahrhundert ganz tüchtig kultiviert allein es könnten noch ein paar jahrhunderte hingehen Ehe bei unseren Landsleuten so viel Geist und höhere Kultur eindringe und allgemein werde, dass sie gleich den Griechen der Schönheit huldigen, dass sie sich für ein hübsches Lied begeistern und dass man von ihnen wird sagen können, es sei lange her, dass sie Barbaren gewesen. Freitag, den 4. Mai 1827. Zu Ehren Ampères und seines Freundes Stapfer großes Diner bei Goethe. Die Unterhaltung war laut, heiter und bunt durcheinander. Ampère erzählte Goethe viel von Mérimée, Alfred de Vigny und anderen bedeutenden Talenten. Auch war sehr viel über Beranger gesprochen, dessen unvergleichliche Lieder Goethe täglich in Gedanken hat. Es kam zur Erwähnung, ob Berangers heitere Liebeslieder vor seinen politischen den Vorzug verdienten wobei Goethe seine Meinung dahin entwickelte, dass im Allgemeinen ein rein poetischer Stoff einem politischen so sehr voranstehe als die reine ewige Naturwahrheit der Parteiansicht. Übrigens, fuhr er fort, hat Beranger in seinen politischen Gedichten sich als Wohltäter seiner Nation erwiesen. Nach der Invasion der Alliierten fanden die Franzosen in ihm das beste Organ ihrer gedrückten Gefühle. Er richtete sie auf, durch vielfache Erinnerungen, an den Ruhm der Waffen unter dem Kaiser, dessen Andenken noch in jeder Hütte lebendig und dessen große Eigenschaften der Dichter liebt, ohne jedoch eine Fortsetzung seiner despotischen Herrschaft zu wünschen. Jetzt unter den Bourbonen scheint es ihm nicht zu behagen, es ist freilich ein schwach gewordenes Geschlecht. Und der jetzige Franzose will auf dem Thron große Eigenschaften, obgleich er selber gerne mitherrscht und selber gern ein Wort mitredet. Nachtisch verbreitete sich die Gesellschaft im Garten, und Goethe winkte mir zu einer Spazierfahrt um das Gehölz auf dem Wege nach Tiefurt. Er war im Wagen sehr gut und liebevoll, er freute sich, dass mit Ampère ein so hübsches Verhältnis angeknüpft worden, wovon er sich für die Anerkennung und Verbreitung der deutschen Literatur in Frankreich die schönsten Folgen verspreche. »Ampère«, fügte er hinzu, »steht freilich in seiner Bildung so hoch.« dass die nationalen Vorurteile, Apprehensionen und Borniertheiten vieler seiner Landsleute weit hinter ihm liegen und er seinem Geist nach weit mehr ein Weltbürger ist als ein Bürger von Paris. Ich sehe übrigens die Zeit kommen, wo er in Frankreich Tausende haben wird, die ihm gleichdenken. Sonntag, den 6. Mai 1827, abermalige Tischgesellschaft bei Goethe, wobei dieselbigen Personen zugegen wie vorgestern. Man sprach sehr viel über die Helena und den Tasso. Goethe erzählte uns darauf, wie er im Jahr 1797 den Plan gehabt, die Sage vom Tell als episches Gedicht im Hexametern zu behandeln. Ich besuchte, sagte er im gedachten Jahr noch einmal die kleinen Kantone und den Vierwaldstädter See, und diese reizende, herrliche und großartige Natur machte auf mich abermals einen solchen Eindruck, dass es mich anlockte, die Abwechslung und Fülle einer so unvergleichlichen Landschaft in einem Gedicht darzustellen. Um aber in meine Darstellung mehr Reiz, Interesse und Leben zu bringen, Hielt ich es für gut, den höchst bedeutenden Grund und Boden mit ebenso bedeutenden menschlichen Figuren zu staffieren, wo denn die Sage vom Tell mir als sehr erwünscht zustatten kam? Den Tell dachte ich mir als einen urkräftigen, in sich selbst zufriedenen, kindlich unbewussten Heldenmenschen, der als Lastträger die Kantone durchwandert, überall gekannt und geliebt ist, überall hilfreich, übrigens, Ruhig sein Gewerbe treibend, für Weib und Kinder sorgend und sich nicht kümmernd, wer Herr oder Knecht sei. Den Gessler dachte ich mir dagegen zwar als einen Tyrannen, aber als einen von der behaglichen Sorte, der gelegentlich Gutes tut, wenn es ihm Spaß macht, und gelegentlich Schlechtes tut, wenn es ihm Spaß macht, und dem übrigens das Volk und dessen Wohl und Wehe so völlig gleichgültige Dinge sind. Als ob sie gar nicht existierten. Das Höhere und Bessere der menschlichen Natur dagegen, die Liebe zum heimatlichen Boden, das Gefühl der Freiheit und Sicherheit unter dem Schutze vaterländischer Gesetze, das Gefühl ferner der Schmach, sich von einem fremden Wüstling unterjocht und gelegentlich misshandelt zu sehen, und endlich die zum Entschluss reifende Willenskraft, ein so verhasstes Joch abzuwerfen, alles dieses Höhere und Gute, hatte ich den bekannten edlen Männern Walter Fürst, Stauffacher, Melchtal und anderen zugeteilt, und dieses waren meine eigentlichen Helden, meine mit Bewusstsein handelnden höheren Kräfte, während der Tell und Gessler zwar auch gelegentlich handelnd auftraten, aber im Ganzen mehr Figuren passiver Natur waren. Von diesem schönen Gegenstande war ich ganz voll, und ich summte dazu schon gelegentlich meine Hexameter. Ich sah den See im ruhigen Mondschein, erleuchtete Nebel in den Tiefen der Gebirge, ich sah ihn im Glanz der lieblichsten Morgensonne ein Jauchzen und Leben in Wald und Wiesen. Dann stellte ich einen Sturm dar, ein Gewittersturm, der sich aus den Schluchten auf den See wirft, auch fehlte es nicht an nächtlicher Stille und an heimlichen Zusammenkünften über Brücken und Stegen. Von allem diesem erzählte ich Schillern, in dessen Seele sich meine Landschaften und meine handelnden Figuren zu einem Drama bildeten. Und da ich andere Dinge zu tun hatte und die Ausführung meines Vorsatzes sich immer weiter verschob, so trat ich meinen Gegenstand schillernd völlig ab, der denn darauf sein bewundernswürdiges Gedicht schrieb. Wir freuten uns dieser Mitteilung, die allen interessant zu hören war, ich machte bemerklich, dass es mir vorkomme, als ob die in Terzenen geschriebene prächtige Beschreibung des Sonnenaufgangs in der ersten Szene vom zweiten Teil des Faust aus der Erinnerung jener Natureindrücke des Vierwaldstätter Sees entstanden sein möchte. Ich will es nicht leugnen, sagte Goethe, dass diese Anschauungen dort herrühren. Ja, ich hätte ohne die frischen Eindrücke jener wundervollen Natur, den Inhalt der erwähnten Terzinen gar nicht denken können. Das ist aber auch alles, was ich aus dem Golde meiner Tellokalitäten mir gemünzt habe. Das Übrige ließ sich schillern, der denn auch davon, wie wir wissen, den schönsten Gebrauch gemacht. Das Gespräch wendete sich auf den Tasso und welche Idee Goethe darin zur Anschauung zu bringen gesucht. Idee, sagte Goethe, dass ich nicht wüsste. Ich hatte das Leben Tassos, ich hatte mein eigenes Leben, und indem ich zwei so wunderliche Figuren mit ihren Eigenheiten zusammenwarf, entstand in mir das Bild des Tasso, dem ich als prosaischen Kontrast den Antonio entgegenstellte, wozu es mir auch nicht an Vorbildern fehlte die weiteren hoflebens und liebesverhältnisse waren übrigens in weimar wie in ferrara und ich kann mit recht von meiner darstellung sagen sie ist bein von meinem bein und fleisch von meinem fleisch die deutschen sind übrigens wunderliche leute sie machen sich durch ihre tiefen gedanken und ideen die sie überall suchen und überall hineinlegen das leben schwerer als billig ei hey, so habt doch endlich einmal die courage euch den Eindrücken hinzugeben, euch ergötzen zu lassen, euch rühren zu lassen, euch erheben zu lassen, ja euch belehren und zu etwas Großem entflammen und ermutigen zu lassen. Aber denkt nur nicht immer, es wäre alles eitel, wenn es nicht irgendein abstrakter Gedanke und Idee wäre. Da kommen Sie und fragen, welche Idee ich in meinem Faust zu verkörpern gesucht als ob ich das selber wüsste und aussprechen könnte. Vom Himmel durch die Welt zur Hölle, das wäre zur Not etwas, aber das ist keine Idee, sondern Gang der Handlung. Und ferner, dass der Teufel die Wette verliert, und dass ein aus schweren Verirrungen immerfort zum Besseren aufstrebender Mensch zu erlösen sei, das ist zwar ein wirksamer, manches erklärender guter Gedanke, aber es ist keine Idee, die dem Ganzen und jeder einzelnen Szene im Besonderen zugrunde liege. Es hätte auch in der Tat ein schönes Ding werden müssen, wenn ich ein so reiches, buntes und höchst mannigfaltiges Leben, wie ich es im Faust zur Anschauung gebracht, auf die magere Schnur einer einzigen durchgehenden Idee hätte rein wollen. Es war im Ganzen, fuhr Goethe fort, nicht meine Art, als Poet nach Verkörperung von etwas Abstraktem zu streben. Ich empfing in meinem Innern Eindrücke, und zwar Eindrücke sinnlicher, lebensvoller, lieblicher, bunter, hundertfältiger Art, wie eine rege Einbildungskraft es mir darbot. Und ich hatte als Poet weiter nichts zu tun, als solche Anschauungen und Eindrücke in mir künstlerisch zu ründen und auszubilden. Und dadurch, eine lebendige Darstellung so zum Vorschein zu bringen, dass andere dieselbigen Eindrücke erhielten, wenn sie mein Dargestelltes hörten oder lasen. Wollte ich jedoch einmal als Poet irgendeine Idee darstellen, so tat ich es in kleinen Gedichten, wo eine entschiedene Einheit herrschen konnte und welches zu übersehen war. Wie zum Beispiel die Metamorphose der Tiere, die der Pflanze, das Gedicht Vermächtnis und viele andere. Das einzige Produkt von größerem Umfang, wo ich mir bewusst bin, nach Darstellung einer durchgreifenden Idee gearbeitet zu haben, wären etwa meine Wahlverwandtschaften. Der Roman ist dadurch für den Verstand fasslich geworden, aber ich will nicht sagen, dass er dadurch besser geworden wäre. Vielmehr bin ich der Meinung, je inkommensurabler und für den Verstand unfasslicher eine poetische Produktion, desto besser. Dienstag, den 15. Mai 1827. Herr von Holteu aus Paris kommend ist seit einiger Zeit hier und wegen seiner Person und Talente überall herzlich empfangen. Auch zwischen ihm und Goethe und dessen Familie hat sich ein sehr freundliches Verhältnis gebildet. Goethe ist seit einigen Tagen auf seinen Garten gezogen, wo er in stiller Tätigkeit sich sehr beglückt findet. Ich besuchte ihn heute dort mit Herrn von Holtei und Graf Schulenburg, welcher erster Abschied nahm, um mit Ampere nach Berlin zu gehen. Mittwoch, den 25. Juli 1827. Goethe hat in diesen Tagen einen Brief von Walter Scott erhalten, der ihm große Freude machte. Er zeigte ihn mir heute, und da ihm die englische Handschrift etwas sehr unleserlich vorkam, so bat er mich, ihm den Inhalt zu übersetzen. Es scheint, dass Goethe dem berühmten englischen Dichter zuerst geschrieben hatte und dass dieser Brief darauf eine Erwiderung ist. Ich fühle mich sehr geehrt, schreibt Walter Scott, dass irgendeine meiner Produktionen so glücklich gewesen ist, die Beachtung Goethes auf sich zu ziehen, zu dessen Bewunderern ich seit dem Jahre 1798 gehöre, wo ich trotz meiner geringen Bekanntschaft mit der deutschen Sprache kühn genug war, den Götz von Berlichingen ins Englische zu übertragen. Ich hatte bei diesem jugendlichen Unternehmen ganz vergessen, dass es nicht genug sei, die Schönheit eines genialen Werkes zu fühlen, sondern dass man auch die Sprache, worin es geschrieben, aus dem Grunde verstehen müsse, ehe es uns gelingen könne, solche Schönheit auch andern fühlbar zu machen. Dennoch lege ich auf jenen jugendlichen Versuch noch jetzt einigen Wert, weil er doch wenigstens zeigt, dass ich einen Gegenstand zu wählen wusste, der der Bewunderung würdig war. Ich habe oft von Ihnen gehört, und zwar durch meinen Schwiegersohn Lockert, einen jungen Mann von literarischer Bedeutung, der vor einigen Jahren, ehe er meiner Familie verbunden war, die Ehre hatte, dem Vater der deutschen Literatur vorgestellt zu werden. Es ist unmöglich, dass Sie, unter der großen Zahl derer, die sich gedrängt fühlen, Ihnen Ihre Ehrfurcht zu bezeigen, sich jedes Einzelnen erinnern sollten, aber ich glaube, es ist Ihnen niemand inniger ergeben als eben jenes junge Mitglied meiner Familie. Mein Freund Sir John Hope von Pickey hat kürzlich die Ehre gehabt, Sie zu sehen, und ich hoffte Ihnen zu schreiben und nahm auch später mir wirklich diese Freiheit durch zwei seiner Verwandten, die Deutschland zu bereisen, die Absicht hatten, Allein sie wurden durch Krankheit behindert, ihr Vorhaben auszuführen, so daß mir denn mein Brief nach zwei bis drei Monaten zurückkam. Ich habe also Goethes Bekanntschaft schon früher zu suchen, mich erdreistet, und zwar noch äh, vor jener schmeichelhaften Notiz, die er ja so freundlich gewesen ist, von mir zu nehmen. Es gibt allen Bewunderern des Genies ein wohltätiges Gefühl zu wissen, dass eins der größten europäischen Vorbilder einer glücklichen und ehrenvollen Zurückgezogenheit in einem Alter genießt, in welchem er auf eine so ausgezeichnete Weise sich geehrt sieht. Dem armen Lord Byron ward leider vom Schicksal kein so günstiges Los zuteil, indem es ihn in der Blüte seiner Jahre hinwegnahm und so vieles, was noch von ihm erhofft und erwartet wurde, für immer zerschnitt. Er schätzte sich glücklich in der Ehre, die sie ihm erzeugten, und fühlte, was er einem Dichter schuldig war, dem alle Schriftsteller der lebenden Generation so viel verdanken, dass sie sich verpflichtet fühlen, mit kindlicher Verehrung zu ihm hinaufzublicken. Ich habe mir die Freiheit genommen, die Herren Treutel und Würz zu ersuchen, ihnen meinen Versuch einer Lebensgeschichte jenes merkwürdigen Mannes zu senden, der so viele Jahre lang einen so fürchterlichen Einfluss auf die Welt hatte, die er beherrschte. Ich weiß übrigens nicht, ob es ihm nicht irgendeine Verbindlichkeiten schuldig geworden, da er mich zwölf Jahre lang unter die Waffen brachte, während welcher Zeit ich in einem Chor unserer Landmiliz diente und trotz einer frühen Lahmheit ein guter Reiter, Jäger und Schütze wurde. Diese guten Fähigkeiten haben jedoch in der letzten Zeit mich ein wenig verlassen, indem der Rheumatismus, diese traurige Plage unseres nördlichen Klimas, seinen Einfluss auf meine Glieder gelegt hat. Doch klage ich nicht, da ich meine Söhne jetzt die Jagdvergnügungen treiben sehe, seitdem ich sie habe aufgeben müssen. Mein ältester Sohn hat eine Schwadron Husaren, welches für einen 25-jährigen jungen Mann immer viel ist. Mein jüngerer Sohn hat neulich zu Oxford den Grad eines Baccalaureus der schönen Wissenschaften erhalten und wird jetzt einige Monate zu Hause zubringen, ehe er in die Welt geht. Da es Gott gefallen hat, mir ihre Mutter zu nehmen, so führt meine jüngste Tochter mein Hauswesen. Meine älteste ist verheiratet und hat eine Familie für sich. Das sind die häuslichen Zustände eines Mannes, nachdem Sie so gütig sich erkundigt haben. Übrigens besitze ich genug, um ganz so zu leben, wie ich wünsche, ungeachtet einiger sehr schwerer Verluste. Ich bewohne ein stattliches altes Schloss, in welchem jeder Freund Goethes zu jeder Zeit willkommen sein wird. Die Vorhalle ist mit Rüstungen angefüllt, die selbst für Jagsthausen gepasst haben würden. Ein großer Schweißhund bewacht den Eingang. Ich habe übrigens den vergessen, der dafür zu sorgen wusste, dass man ihn nicht vergaß, während er lebte. Ich hoffe, Sie werden die Fehler des Werkes verzeihen, indem Sie berücksichtigen, dass der Autor von dem Wunsch beseelt war, gegen das Andenken jenes außerordentlichen Mannes so aufrichtig zu verfahren, wie seine insularischen Vorurteile nur immer erlauben wollten. Da diese Gelegenheit Ihnen zu schreiben sich mir plötzlich und zufällig durch einen Reisenden darbietet und keinen Aufschub erleidet, so fehlt mir die Zeit, etwas weiteres zu sagen, als dass ich Ihnen eine fortgesetzte gute Gesundheit und Ruhe wünsche und mich mit der aufrichtigsten und tiefsten Hochachtung unterzeichne. Edinburgh den 9. Juli 1827, Walter Scott. Goethe hatte, wie gesagt, über diesen Brief große Freude. Er war übrigens der Meinung, als enthalte er zu viel Ehrenvolles für ihn, als dass er nicht sehr vieles davon auf Rechnung der Höflichkeit eines Mannes von Rang und hoher Weltbildung zu setzen habe. Er erwähnte sodann die gute und herzliche Art, womit Walter Scott seine Familienverhältnisse zur Sprache bringe, welches ihn als ein Zeichen eines brüderlichen Vertrauens im hohen Grade beglücke. Ich bin nun wirklich, fuhr er fort, auf sein Leben Napoleons begierig, welches er mir ankündigt, ich höre so viel Widersprechendes und Leidenschaftliches über das Buch, dass ich im Voraus gewiß bin, es wird auf jeden Fall sehr bedeutend sein. Ich fragte nach Lockhart und ob er sich seiner noch erinnere. Noch sehr wohl, erwiderte Goethe, seine Persönlichkeit macht einen entschiedenen Eindruck, so dass man ihn so bald nicht wieder vergisst. Er soll, wie ich, von reisenden Engländern und meiner Schwiegertochter höre, ein junger Mann sein, von dem man in der Literatur gute Dinge erwartet. Übrigens wundere ich mich fast, dass Walter Scott kein Wort über Carlyle sagt, der doch eine so entschiedene Richtung auf das Deutsche hat, dass er ihm sicher bekannt sein muss. An Carlyle ist es bewunderungswürdig, dass er bei Beurteilung unserer deutschen Schriftsteller besonders den geistigen und sittlichen Kern als das eigentlich Wirksame im Auge hat. Carlyle ist eine moralische Macht von großer Bedeutung. Es ist in ihm viel Zukunft vorhanden, und es ist gar nicht abzusehen, was er alles leisten und wirken wird. Mittwoch, den 26. September 1827. Goethe hatte mich auf diesen Morgen zu einer Spazierfahrt nach der Hottelstädter Ecke, der westlichsten Höhe des Ettersberges, und von da nach dem Jagdschloss Ettersburg eingeladen. Der Tag war überaus schön und wir fuhren zeitig zum Jakobstore hinaus. Hinter Lützendorf, wo es stark bergangeht und wir nur Schritt fahren konnten, hatten wir zu allerlei Beobachtungen Gelegenheit. Goethe bemerkte rechts in den Hecken hinter dem Kammergut eine Menge Vögel und fragte mich, ob es Lerchen wären. Du großer und lieber, dachte ich, der du die ganze Natur wie wenig andere durchforschet hast in der Orthenologie, scheinst du ein Kind zu sein. Es sind Ammen und Sperlinge, erwiderte ich. Auch wohl einige verspätete Grasmücken, die nach abgewarteter Mauser aus dem Dickicht des Ettersberges herab in die Gärten und Felder kommen und sich zum Fortzuge anschicken. Aber Lerchen sind es nicht. Es ist nicht in der Natur der Lerche, sich auf Büsche zu setzen. Die Feld- oder Himmellerche steigt in die Luft aufwärts und geht wieder zur Erde herab, zieht auch wohl im Herbst scharenweise durch die Luft hin und wirft sich wiederum auf irgendein Stoppelfeld nieder aber sie geht nicht auf Hecken und Gebüsche. Die Baumlerche dagegen liebt den Gipfel hoher Bäume, von wo aus sie singend in die Luft steigt und wieder auf ihren Baumgipfel herabfällt. Dann gibt es noch eine andere Lerche, die man in einsamen Gegenden an der Mittagsseite von Waldblößen antrifft, und die einen sehr weichen, flötenartigen, doch etwas melancholischen Gesang hat. Sie hält sich nicht am Ettersberge auf, der ihr zu lebhaft und zu nahe von Menschen umwohnt ist. Aber auch sie geht nicht in Gebüsche. Hm, sagte Goethe, Sie scheinen in diesen Dingen nicht eben ein Neuling zu sein. Ich habe das Fach von Jugend auf mit Liebe getrieben, erwiderte ich, und immer die Augen und Ohren dafür offen gehabt. Der ganze Wald des Ettersberges hat wenige Stellen, die ich nicht zu wiederholten Malen durchstreift bin. Wenn ich jetzt einen einzigen Ton höre, so getraue ich mir zu sagen, von welchem Vogel er kommt. Auch bin ich so weit, dass wenn man mir irgendeinen Vogel bringt, der in der Gefangenschaft durch verkehrte Behandlung das Gefieder verloren hat, ich mir getraue, ihn sehr bald vollkommen gesund und wohlbefiedert wiederherzustellen. Das zeigt allerdings, erwiderte Goethe, dass sie in diesen Dingen bereits vieles durchgemacht haben. Ich möchte Ihnen raten, das Studium ernstlich fortzutreiben. Es muss bei Ihrer entschiedenen Richtung zu sehr guten Resultaten führen. Aber sagen Sie mir etwas über die Mauser. Sie sprachen vorhin von verspäteten Grasmücken, die nach vollendeter Mauser aus dem Dickicht des Ettersberges in die Felder herabkommen. Ist denn die Mauser an eine gewisse Epoche gebunden und mausern sich alle Vögel zugleich? Bei den meisten Vögeln, erwiderte ich, tritt sie sogleich nach vollendeter Brütezeit ein, das heißt, sobald die Jungen des letzten Geheckes so weit sind, dass sie sich selber helfen können. Nun fragte sich aber, ob der Vogel von diesem Zeitpunkt des fertigen letzten Geheckes bis zu dem seines Wegzugs zur Mauser noch den gehörigen Raum hat. Hat er ihn, so mausert er sich hier und zieht mit frischem Gefieder fort. Hat er ihn nicht, so zieht er mit seinem alten Gefieder fort und mausert sich später im warmen Süden. Denn die Vögel kommen im Frühling nicht zu gleicher Zeit zu uns, auch ziehen sie im Herbst nicht zu gleicher Zeit fort. Und dieses rührt daher, dass die eine Art sich aus einiger Kälte und raum Wetter weniger macht und sie mehr ertragen kann als eine andere. Ein Vogel aber, der früh bei uns ankommt, zieht spät weg, und ein Vogel, der spät bei uns ankommt, zieht früh weg. So ist schon unter den Grasmücken, die doch zu einem Geschlecht gehören, ein großer Unterschied. Die klappernde Grasmücke oder das Müllerchen lässt sich schon Ende März bei uns hören. Vierzehn Tage später kommt die Schwarzköpfige oder der Mönch, sodann etwa nach einer Woche die Nachtigall und erst ganz zu Ende April oder Anfang Mai die Graue. Alle diese Vögel mausern sich im August bei uns, so auch die Jungen ihres ersten Geheckes, weshalb man denn Ende August junge Mönche findet, die schon das schwarze Köpfchen haben. Die Jungen des letzten Geheckes aber ziehen mit ihrem ersten Gefieder fort und mausern sich später in südlichen Ländern, aus welchem Grunde man den Anfang September junge Mönche fangen kann, und zwar junge Männchen, die noch das rote Köpfchen haben, wie ihre Mutter. Ist denn die graue Grasmücke, fragte Goethe, der späteste bei uns ankommende Vogel oder kommen andere noch später? Der sogenannte gelbe Spottvogel und der prächtige goldgelbe Pirol, erwiderte ich, kommen erst gegen Pfingsten. Beide ziehen nach vollendeter Brütezeit, gegen die Mitte August schon wieder fort und mausern sich mit ihren Jungen im Süden. Hat man sie im Käfig, so mausern sie sich bei uns im Winter, Weshalb denn diese Vögel sehr schwer durchzubringen sind. Sie verlangen sehr viel Wärme. Hängt man sie aber in die Nähe des Ofens, so verkümmern sie aus Mangel an fruchtbarer Luft. Bringt man sie dagegen in die Nähe des Fensters, so verkümmern sie in der Kälte der langen Nächte. Man hält dafür, sagte Goethe, dass die Mauser eine Krankheit oder wenigstens von körperlicher Schwäche begleitet sei. Das möchte ich nicht sagen, erwiderte ich. Es ist ein Zustand gesteigerter Produktivität, der in freier Luft herrlich vonstatten geht, ohne die geringste Beschwerde, ja bei einigermaßen kräftigen Individuen auch vollkommen gut im Zimmer. Ich habe Grasmücken gehabt, die während der ganzen Mauser ihren Gesang nicht aussetzten. Ein Zeichen, dass es ihnen durchaus wohl war. Zeigt sich aber ein Vogel im Zimmer während der Mauser kränklich, so ist daraus zu schließen, dass er mit dem Futter oder frischer Luft und Wasser nicht gehörig behandelt worden. Ist er im Zimmer im Laufe der Zeit aus Mangel an Luft und Freiheit so schwach geworden, dass ihm die produktive Kraft fehlt, um in die Mauser zu kommen, so bringe man ihn an die fruchtbare frische Luft und die Mauser wird sogleich auf das Beste vonstatten gehen. Bei einem Vogel in freier Wildnis dagegen verläuft sie sich so sanft und so allmählich, dass er es kaum gewahr wird. Aber doch schienen sie vorhin anzudeuten, versetzte Goethe, dass die Grasmücken sich während der Mauser in das Dickicht der Wälder ziehen. Sie bedürfen während dieser Zeit, erwiderte ich allerdings, einiges Schutzes. Zwar verfährt die Natur auch in diesem Falle mit solcher Weisheit und Mäßigung, dass ein Vogel während der Mauser nie mit einem Male so viele Federn verliert, dass er unfähig würde, so gut zu fliegen, als die Erreichung seines Futters es verlangt. Allein es kann doch kommen, dass er zum Beispiel mit einem Male die vierte, fünfte und sechste Schwungfeder des linken und die vierte, fünfte und sechste Schwungfeder des rechten Flügels verliert, wobei er zwar immer noch ganz gut fliegen kann, allein nicht so gut, um dem verfolgenden Raubvogel, besonders aber dem sehr schnellen und gewandten Baumfalken zu entgehen, und da kommt ihm denn ein buschiges Dickicht sehr zustatten. »Das lässt sich hören,« erwiderte Goethe. Schreitet aber die Mauser, fuhr er fort, an beiden Flügeln gleichmäßig und gewissermaßen symmetrisch vor? Soweit meine Beobachtungen reichen allerdings, erwiderte ich, und das ist sehr wohltätig, denn verlöre ein Vogel zum Beispiel drei Schwungfedern des linken Flügels und nicht zugleich dieselben Federn des rechten, so würde den Flügeln alles Gleichgewicht fehlen, und der Vogel würde sich und seine Bewegung nicht mehr in gehöriger Gewalt haben. Er würde sein wie ein Schiff, dem an der einen Seite die Segel zu schwer und an der anderen zu leicht sind. Ich sehe, erwiderte Goethe, man mag in die Natur eindringen, von welcher Seite man wolle, man kommt immer auf einige Weisheit. Wir waren indes immerfort mühsam bergangefahren und waren nun nach und nach oben am Rande der Fichten. Wir kamen an einer Stelle vorbei, wo Steine gebrochen waren und ein Haufen lag. Goethe ließ halten und bat mich abzusteigen und ein wenig nachzusehen, ob ich nichts von Versteinerungen entdeckte. Ich fand einige Muscheln, auch einige zerbrochene Ammonshörner, die ich ihm zureichte, indem ich mich wieder einsetzte. Wir fuhren weiter. Immer die alte Geschichte, sagte Goethe, immer der alte Meeresboden. Wenn man von dieser Höhe auf Weimar hinabblickt und auf die mancherlei Dörfer umher, so kommt es einem vor wie ein Wunder, wenn man sich sagt, dass es eine Zeit gegeben, wo in dem weiten Tale dort unten die Walfische ihr Spiel getrieben. Und doch ist es so, wenigstens höchstwahrscheinlich. Die Möwe aber, die damals über dem Meere flog, das diesen Berg bedeckte, hat sicher nicht daran gedacht, dass wir beide heute hier fahren würden. Und wer weiß, ob nach vielen Jahrtausenden die Möwe nicht abermals über diesem Berge fliegt. Wir waren jetzt oben auf der Höhe und fuhren rasch weiter. Rechts an unserer Seite hatten wir Eichen und Buchen und anderes Laubholz. Weimar war rückwärts nicht mehr zu sehen, wir waren auf der westlichen Höhe angelangt. Das breite Tal der Unstrut mit vielen Dörfern und kleinen Städten lag in der heitersten Morgensonne vor uns. Hier ist gut sein, sagte Goethe, indem er halten ließ. Ich dächte, wir versuchten, wie in dieser guten Luft uns etwa ein kleines Frühstück behagen möchte. Wir stiegen aus, und gingen auf trockenem Boden am Fuße halbwüchsiger, von vielen Stürmen verkrüppelter Eichen einige Minuten auf und ab, während Friedrich das mitgenommene Frühstück auspackte und auf einer Rasenerhöhung ausbreitete. Die Aussicht von dieser Stelle in der klaren Morgenbeleuchtung der reinsten Herbstsonne war in der Tat herrlich. Nach Süden und Südwesten hin übersah man die ganze Reihe des Thüringer Waldgebirges, nach Westen über Erfurt hinaus das hochliegende Schloss Gotha und den Inselsberg, weiter nördlich so dann die Berge hinter Langensalza und Mühlhausen, bis sich die Aussicht nach Norden zu durch die blauen Harzgebirge abschloss. Ich dachte an die Verse Weit hoch herrlich der Blick rings ins Leben hinein von gebirg zu gebirg schwebet der ewige geist ewigen lebens ahndevoll wir setzten uns mit dem rücken nach den eichen zu so daß wir während dem frühstück die weite aussicht über das halbe thüringen immer vor uns hatten wir verzehrten indes ein paar gebratene Rebhühner mit frischem Weißbrot und tranken dazu eine Flasche sehr guten Wein, und zwar aus einer biegsamen, feinen, goldenen Schale, die Goethe in einem gelben Lederfutteral bei solchen Ausflügen gewöhnlich bei sich führt. Ich war sehr oft an dieser Stelle", sagte er und dachte in späteren Jahren sehr oft, es würde das letzte Mal sein, dass ich von hier aus die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeiten überblickte. Allein, es hält immer noch einmal zusammen und ich hoffe, dass es auch heute nicht das letzte Mal ist, dass wir beide uns hier einen guten Tag machen. Wir wollen künftig öfter hierher kommen. Man verschrumpft im dem engen Hauswesen hier fühlt man sich groß und frei wie die große Natur, die man vor Augen hat und wie man eigentlich immer sein sollte. Ich übersehe von hier aus, fuhr Goethe fort, eine Menge Punkte an, die sich die reichsten Erinnerungen eines langen Lebens knüpfen. Was habe ich nicht drüben in den Bergen von Ilmenau in meiner Jugend alles durchgemacht. Dann dort unten im lieben Erfurt wie manches gute Abenteuer erlebt. Auch in Gotha war ich in frühester Zeit oft und gerne, doch seit langen Jahren so gut wie gar nicht. Seit ich in Weimar bin, bemerkte ich, erinnere ich mich nicht, dass Sie dort waren. Das hat so seine Bewandtnis, erwiderte Goethe lachend. Ich bin dort nicht zum besten angeschrieben. Ich will Ihnen davon eine Geschichte erzählen. Als die Mutter des zuletzt regierenden Herrn noch in hübschester Jugend war, befand ich mich dort sehr oft. Ich saß eines Abends bei ihr allein am Teetisch, als die beiden zehn bis zwölfjährigen Prinzen, zwei hübsche blondlockige Knaben, hineinsprangen und zu uns an den Tisch kamen. Übermütig wie ich sein konnte, fuhr ich den beiden Prinzen mit beiden Händen in die Haare mit den Worten Nun ihr Semmelköpfe, was macht ihr? Die Buben sahen mich mit großen Augen an, im höchsten Erstaunen über meine Kühnheit und haben es mir später nie vergessen. Ich will nun just eben nicht damit prahlen, aber es war so und lag tief in meiner Natur. Ich hatte vor der bloßen Fürstlichkeit als solcher, wenn nicht zugleich eine tüchtige Menschennatur und ein tüchtiger Menschenwert dahinter steckte, nie viel Respekt. Ja, es war mir selber so wohl in meiner Haut und ich fühlte mich selber so vornehm, dass wenn man mich zum Fürsten gemacht hätte, ich es nicht eben sonderlich merkwürdig gefunden haben würde. Als man mir das Adelsdiplom gab, glaubten viele, wie ich mich dadurch möchte erhoben fühlen. Allein unter uns, es war mir nichts, gar nichts. Wir Frankfurter Patrizier hielten uns immer dem Adel gleich und als ich das Diplom in den Händen hielt, hatte ich in meinen Gedanken eben nichts weiter, als was ich längst besessen. Wir taten noch einen guten Trunk aus der goldenen Schale und fuhren dann um die nördliche Seite des Ettersberges herum nach dem Jagdschloss Ettersburg. Goethe die sämtliche Zimmer aufschließen, die mit heiteren Tapeten und Bildern behängt waren. In dem westlichen Eckzimmer des ersten Stockes sagte er mir, dass Schiller dort einige Zeit gewohnt. Wir haben überhaupt, fuhr er fort, in frühester Zeit hier manchen guten Tag gehabt und manchen guten Tag vertan. Wir waren alle jung und voller Übermut, und es fehlte uns im Sommer nicht an allerlei improvisierten Komödienspiel und im Winter nicht an allerlei Tanz und Schlittenfahrten mit Fackeln. Wir gingen wieder ins Freie, und Goethe führte mich in westlicher Richtung einen Fußweg ins Holz. Ich will Ihnen doch auch die Buche zeigen, sagte er, worin wir vor fünfzig Jahren unseren Namen geschnitten. Aber wie hat sich das verändert und wie ist das alles herangewachsen? Das wäre denn der Baum. Sie sehen, er ist noch in der vollsten Pracht. Auch unsere Namen sind noch zu spüren, doch so verquollen und verwachsen, dass sie kaum noch herausbringen. Damals stand diese Buche auf einem freien, trockenen Platz. Es war durchaus sonnig und anmutig umher und wir spielten hier an schönen Sommertagen unsere improvisierten Possen. Jetzt ist es hier feucht und unfreundlich. Was sonst nur niederes Gebüsch war, ist inzwischen zu schattigen Bäumen herangewachsen, so dass man die prächtige Buche unserer Jugend kaum noch aus dem Dickicht herausfindet. Wir gingen wieder nach dem Schloss, und nachdem wir noch die ziemlich reiche Waffensammlung besehen, fuhren wir nach Weimar zurück. Donnerstag, den 27. September 1827. Nachmittags an den Augenblick bei Goethe, wo ich Herrn Geheimrat Streckfuß aus Berlin kennenlernte, der diesen Vormittag mit ihm eine Spazierfahrt gemacht und dann zu Tisch geblieben war. Als Streckfuß ging, begleitete ich ihn und machte noch einen Gang durch den Park. Bei meiner Zurückkunft über den Markt begegnete ich dem Kanzler und Raupach, mit denen ich in den Elefanten ging abends wieder bei Goethe, der mit mir ein neues Heft von Kunst und Altertum besprach. Dergleichen zwölf Blätter Bleistiftumrisse, in welchen die Gebrüder Riepenhausen die Gemälde Polygenots in der Läsche zu Delphi nach einer Beschreibung des Pausanias wiederherzustellen versucht, ein Unternehmen, welches Goethe nicht genug anzuerkennen wusste. Montag, den 1. Oktober 1827 im Theater das Bild von Howald, ich sah zwei Akte und ging dann zu Goethe, der mir die zweite Szene seines neuen Faust vorlas. Ich habe in dem Kaiser, sagte er, einen Fürsten darzustellen gesucht, der alle möglichen Eigenschaften hat, sein Land zu verlieren, welches ihm denn auch später wirklich gelingt. Das Wohl des Reiches und seiner Untertanen, macht ihm keine Sorge, er denkt nur an sich und wie er sich von Tag zu Tag mit etwas Neuem amüsiere. Das Land ist ohne Recht und Gerechtigkeit, der Richter selber mitschuldig und auf der Seite der Verbrecher, die unerhörtesten Frevel geschehen ungehindert und ungestraft, das Heer ist ohne Sold, ohne Disziplin und streift raubend umher, um sich seinen Sold selber zu verschaffen und sich selber zu helfen, wie es kann. Die Staatskasse ist ohne Geld und ohne Hoffnung weiterer Zuflüsse. Im eigenen Haushalt des Kaisers sieht es nicht besser aus. Es fehlt in Küche und Keller. Der Marschall, der von Tag zu Tag nicht mehr Rat zu schaffen weiß, ist bereits in den Händen wuchernder Juden, den alles verpfändet ist, so daß auf den kaiserlichen Tisch vorweg gegessenes Brot kommt. Der Staatsrat will seiner Majestät über alle diese Gebrechen Vorstellungen tun und ihre Abhilfe beraten, allein der gnädigste Herr ist sehr ungeneigt, solchen unangenehmen Dingen sein hohes Ohr zu leihen. Er möchte sich lieber amüsieren. Hier ist nun das wahre Element für Mephisto, der den bisherigen Narren schnell beseitigt und als neuer Narr und Ratgeber sogleich an der Seite des Kaisers ist. Goethe las die Szene und das Zwischengemurmel der Menge ganz vortrefflich und ich hatte einen sehr guten Abend. Sonntag, den 7. Oktober 1827. Diesen Morgen bei sehr schönem Wetter befand ich mich mit Goethe bereits vor 8 Uhr im Wagen und auf dem Weg nach Jena, wo er bis Morgen Abend zu verweilen die Absicht hatte. Dort zeitig angekommen, fuhren wir zunächst am Botanischen Garten vor, wo Goethe alle Sträucher und Gewächse in Augenschein nahm und alles in schönster Ordnung und im besten Gedeihen fand. Wir besahen ferner das mineralogische Kabinett und einige andere naturwissenschaftliche Sammlungen und fuhren darauf zu Herrn von Knebel, der uns zu Tisch erwartete. Knebel im höchsten Alter, eilte Goethen halb stolpernd an der Tür entgegen, um ihn in seine Arme zu schließen. Darauf bei Tisch ging alles sehr herzlich und munter zu, von Gesprächen jedoch entwickelte sich nichts von einiger Bedeutung. Die beiden alten Freunde hatten genug am beiderseitigen menschlich nahen Beisammensein. Nach Tisch machten wir eine Spazierfahrt in südlicher Richtung an der Saale hinauf. Ich kannte diese reizende Gegend bereits aus früherer Zeit, doch wirkte alles wieder so frisch, als hätte ich es vorher nie gesehen. Als wir uns wieder in den Straßen von Jena befanden, ließ Goethe an einem Bach hinauffahren und an einem Haus halten, das äußerlich eben kein bedeutendes Ansehen hatte. Hier hat Voss gewohnt, sagte er, und ich will sie doch auch auf diesem klassischen Boden einführen. Wir durchschritten das Haus und traten in den Garten. Von Blumen und anderer Art feiner Kultur war wenig zu spüren, wir gingen auf Rasen unter lauter Obstbäumen. Das war etwas für Ernestine, sagte Goethe, die auch hier ihre trefflichen Eutiner Äpfel nicht vergessen konnte, und die sie mir rühmte als etwas Ohnegleichen. Es waren aber die Äpfel ihrer Kindheit gewesen, darin lag's. Ich habe übrigens hier mit Voss und seiner trefflichen Ernestine manchen schönen Tag gehabt, und gedenke der alten Zeit sehr gerne. Mein Mann wie Voss wird übrigens so bald nicht wiederkommen. Es haben wenig andere auf die höhere deutsche Kultur einen solchen Einfluss gehabt wie er. Es war an ihm alles gesund und derbe, weshalb er auch zu den Griechen kein künstliches, sondern ein rein natürliches Verhältnis hatte, woraus denn für uns andern die herrlichsten Früchte erwachsen sind. Wer von seinem Werte durchdrungen ist, wie ich, weiß gar nicht, wie er sein Andenken würdig genug ehren soll. Es war indes gegen sechs Uhr geworden, und Goethe fand es an der Zeit, in unser Nachtquartier zu gehen, das er im Gasthof zum Bären hatte bestellen lassen. Man gab uns ein geräumiges Zimmer, nebst einem Alkoven mit zwei Betten. Die Sonne war noch nicht lange hinab, der Abendschein lag auf unseren Fenstern, und es war uns gemütlich, noch einige Zeit lang ohne Licht zu sitzen. Goethe lenkte das Gespräch auf Voss zurück. Er war mir sehr wert, sagte er, und ich hätte ihn gerne der Akademie und mir erhalten. Allein die Vorteile, die man ihm von Heidelberg her anbot, waren zu bedeutend, als dass wir bei unseren geringen Mitteln sie hätten aufwiegen können. Ich musste ihn mit schmerzlicher Resignation ziehen lassen. Ein Glück für mich war es indessen, fuhr Goethe fort, dass ich Schillern hatte. Denn so verschieden unsere beiderseitigen Naturen auch waren, so gingen doch unsere Richtungen auf eins welches denn unser Verhältnis so innig machte, dass im Grunde keiner ohne den anderen leben konnte. Goethe erzählte mir darauf von seinem Freunde einige Anekdoten, die mir sehr charakteristisch erschienen. Schiller war, wie sich bei seinem großartigen Charakter denken lässt, sagte er, ein entschiedener Feind aller hohlen Ehrenbezeugungen und aller faden Vergötterungen, die man mit ihm trieb oder treiben wollte. Als Kotzebue vorhatte, eine öffentliche Demonstration zu seinem Ruhme zu veranstalten, war es ihm so zuwider, dass er vor innerem Egel darüber fast krank wurde. Ebenso war es ihm zuwider, wenn ein Fremder sich bei ihm melden ließ, wenn er augenblicklich behindert war, ihn zu sehen, und er ihn etwa auf den Nachmittag vier Uhr bestellte, so also war in der Regel anzunehmen, dass er um die bestimmte Stunde vor lauter Apprehension krank war auch konnte er in solchen Fällen gelegentlich sehr ungeduldig und auch wohl grob werden. Ich war Zeuge, wie er einst einen fremden Chirurgus, der, um ihm seinen Besuch zu machen, bei ihm unangemeldet eintrat, sehr heftig anfuhr, so dass der arme Mensch ganz verblüfft nicht wusste, wie schnell er sich sollte zurückziehen. Wir waren, wie gesagt, und wie wir alle wissen, fuhr Goethe fort, bei aller Gleichheit unserer Richtungen, Naturen sehr verschiedene Art, und zwar nicht bloß in geistigen Dingen, sondern auch in physischen. Eine Luft, die schillern, bloß wohltätig war, wirkte auf mich wie Gift. Ich besuchte ihn eines Tages und da ich ihn nicht zu Hause fand und seine Frau mir sagte, dass er bald zurückkommen würde, so setzte ich mich an seinen Arbeitstisch, um mir dieses und jenes zu notieren. Ich hatte aber nicht lange gesessen als ich von einem heimlichen Übelbefinden mich übermenschlichen fühlte, welches sich nach und nach steigerte, so dass ich endlich einer Ohnmacht nahe war. Ich wusste anfänglich nicht, welcher Ursache ich diesen elenden, mir ganz ungewöhnlichen Zustand zuschreiben sollte, bis ich endlich bemerkte, dass aus einer Schieblade neben mir ein sehr fataler Geruch strömte. Als ich sie öffnete, fand ich zu meinem Erstaunen, dass sie voll fauler Äpfel war. Ich trat sogleich an ein Fenster und schöpfte frische Luft, worauf ich mich denn augenblicklich wiederhergestellt fühlte. Indes war seine Frau wieder hereingetreten, die mir sagte, dass die Schieblade immer mit faulen Äpfeln gefüllt sein müsse, indem dieser Geruch Schillern wohltue und er ohne ihn nicht leben und arbeiten könne. Morgen früh, fuhr Goethe fort, will ich Ihnen auch zeigen, wo Schiller hier in Jena gewohnt hat. Es war in das Licht gebracht, wir nahmen ein kleines Abendessen und saßen nachher noch eine Weile in allerlei Erinnerungen und Gesprächen. Ich erzählte Goethe einen merkwürdigen Traum aus meinen Knabenjahren, der am anderen Morgen buchstäblich in Erfüllung ging. Ich hatte sagte ich, mir drei junge Hänflinge erzogen, woran ich mit ganzer Seele hing und die ich über alles liebte. Sie flogen frei in meiner Kammer umher und flogen mir entgegen und auf meine Hand, so wie ich in die Tür hereintrat. Ich hatte eines Mittags das Unglück, dass bei meinem Hereintreten in die Kammer einer dieser Vögel über mich hinweg und zum Hause hinausflog. Ich wusste nicht wohin. Ich suchte ihn den ganzen Nachmittag auf allen Dächern und war untröstlich, als es Abend ward und ich von ihm keine Spur gefunden hatte. Mit betrübten, herzlichen Gedanken an ihn schläf ich ein und hatte gegen Morgen folgenden Traum. Ich sah mich nämlich, wie ich an unseren Nachbarhäusern umherging und meinen verlorenen Vogel suchte. Auf einmal höre ich den Ton seiner Stimme und sehe ihn hinter dem Gärtchen unserer Hütte auf dem Dach, eines Nachbarhauses sitzen. Ich sehe, wie ich ihn locke und wie er näher zu mir herabkommt, wie er futterbegierig die Flügel gegen mich bewegt, aber doch sich nicht entschließen kann, auf meine Hand herabzufliegen. Ich sehe darauf, wie ich schnell durch unser Gärtchen in meine Kammer laufe und die Tasse mit gequollenem Rübsamen herbeihole. Ich sehe, wie ich ihm sein beliebtes Futter entgegenreiche, wie er herab auf meine Hand kommt und ich ihn voller Freude zu den beiden anderen zurück in meine Kammer trage. Mit diesem Traum wache ich auf, und da es bereits vollkommen Tag war, so werfe ich mich schnell in meine Kleider und habe nichts Eiligeres zu tun, als durch unser Gärtchen zu laufen nach dem Hause hin, wo ich den Vogel gesehen. Wie groß aber war mein Erstaunen, als der Vogel wirklich da war? Es geschah nun buchstäblich alles, wie ich es im Traum gesehen. Ich locke ihn, er kommt näher, aber er zögert, auf meine Hand zu fliegen, ich laufe zurück und hole das Futter, und er fliegt auf meine Hand, und ich bringe ihn wieder zu den anderen. Dieses ihr Knabenereignis, sagte Goethe, ist allerdings höchst merkwürdig, aber dergleichen liegt sehr wohl in der Natur, wenn wir auch dazu noch nicht den rechten Schlüssel haben. Wir wandeln alle in Geheimnissen. Wir sind von einer Atmosphäre umgeben, von der wir noch gar nicht wissen, was sich alles in ihr regt und wie es mit unserem Geist in Verbindung steht. So viel ist wohl gewiss, dass in besonderen Zuständen die Fühlfäden unserer Seele über ihre körperlichen Grenzen hinausreichen können und ihr ein Vorgefühl ja auch ein wirklicher Blick in die nächste Zukunft gestattet wird. Etwas ähnliches, erwiderte ich, habe ich erst neulich erlebt, wo ich von einem Spaziergange auf der Erfurter Chaussee zurückkam und ich etwa zehn Minuten vor Weimar den geistigen Eindruck hatte, wie an der Ecke des Theaters mir eine Person begegnete, die ich seit Jahr und Tag nicht gesehen und an die ich sehr lange ebenso wenig gedacht. Es beunruhigte mich zu bedenken, dass sie mir begegnen könne und mein Erstaunen war daher nicht gering, als er mir, so wie ich um die Ecke biegen wollte, wirklich an derselbigen Stelle so entgegentrat, wie ich es vor etwa zehn Minuten im Geiste gesehen hatte. Das ist gleichfalls sehr merkwürdig und mehr als Zufall, erwiderte Goethe. Wie gesagt, wir tappen alle in Geheimnissen und Wundern. Auch kann eine Seele auf die andere durch bloße stille Gegenwart entschieden einwirken, Wovon ich mehrere Beispiele erzählen könnte. Es ist mir sehr oft passiert, dass, wenn ich mit einem guten Bekannten ging und lebhaft an etwas dachte, dieser über das, was ich im Sinne hatte, sogleich anzureden fing. So habe ich einen Mann gekannt, der ohne ein Wort zu sagen durch bloße Geistesgewalt eine im heitern Gespräch begriffene Gesellschaft plötzlich stille zu machen imstande war. Ja. Er konnte auch eine Verstimmung hineinbringen, so dass es allen unheimlich wurde. Wir haben alle etwas von elektrischen und magnetischen Kräften in uns und üben wie der Magnet selber eine anziehende und eine abstoßende Gewalt aus, je nachdem wir mit etwas Gleichem oder Ungleichem in Berührung kommen. Es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass wenn ein junges Mädchen in einem dunklen Zimmer sich ohne es zu wissen mit einem Mann befände, der die Absicht hätte, sie zu ermorden, sie von seiner ihr unbewussten Gegenwart ein unheimliches Gefühl hätte und dass eine Angst über sie käme, die sie zum Zimmer hinaus und zu ihren Hausgenossen triebe. Ich kenne eine Opernszene, entgegnete ich, worin zwei Liebende, die lange Zeit durch große Entfernung getrennt waren, sich, ohne es zu wissen, in einem dunklen Zimmer zusammen befinden. Sie sind aber nicht lange beisammen, so fängt die magnetische Kraft an zu wirken, eins ahndet des andern Nähe, sie werden unwillkürlich zueinander hingezogen, und es dauert nicht lange, so liegt das junge Mädchen in den Armen des Jünglings. Unter Liebenden, versetzte Goethe, ist diese magnetische Kraft besonders stark und wirkt sogar sehr in die Ferne. Ich habe in meinen Jünglingsjahren Fälle genug erlebt, wo auf einsamen Spaziergängen ein mächtiges Verlangen nach einem geliebten Mädchen mich überfiel, und ich so lange an sie dachte, bis sie mir wirklich entgegenkam. Es wurde mir in meinem Stübchen unruhig, sagte sie. Ich konnte mir nicht helfen, ich musste hierher. So erinnere ich mich eines Falles aus den letzten Jahren meines Hierseins, wo ich sehr bald wieder in leidenschaftliche Zustände geraten war. Ich hatte eine größere Reise gemacht und war schon seit einigen Tagen zurückgekehrt, aber durch Hofverhältnisse, die mich spät bis in die Nacht hielten, immer behindert gewesen, die Geliebte zu besuchen. Auch hätte unsere Neigung bereits die Aufmerksamkeit der Leute auf sich gezogen, und ich trug daher scheu, am offenen Tage hinzugehen, um das Gerede nicht zu vergrößern. Am vierten oder fünften Abend aber konnte ich es nicht länger aushalten, und ich war auf dem Weg zu ihr und stand vor ihrem Haus, ehe ich es dachte. Ich ging leise die Treppe hinauf und war im Begriff, in ihr Zimmer zu treten, als ich an verschiedenen Stimmen hörte, dass sie nicht allein war, ich ging unbemerkt wieder hinab und war schnell wieder in den dunklen Straßen, die damals noch keine Beleuchtung hatten. Unmutig und leidenschaftlich durchstreifte ich die Stadt in allen Richtungen wohl eine Stunde lang und immer einmal wieder vor ihrem Hause vorbei voll sehnsüchtiger Gedanken an die Geliebte. Ich war endlich auf dem Punkt, wieder in mein einsames Zimmer zurückzukehren, als ich noch einmal an ihrem Hause vorbeiging und bemerkte, dass sie kein Licht mehr hatte. Sie wird ausgegangen sein, sagte ich zu mir selber, aber wohin in dieser Dunkelheit der Nacht? Und wo soll ich ihr begegnen? Ich ging abermals durch mehrere Straßen, es begegneten mir viele Menschen, und ich war oft getäuscht, indem ich ihre Gestalt und ihre Größe zu sehen glaubte, aber bei näherem Hinzukommen, Immer fand, dass sie es nicht war. Ich glaubte schon damals fest an eine gegenseitige Einwirkung und daß ich durch ein mächtiges Verlangen sie herbeiziehen könne. Auch glaubte ich mich unsichtbar von höheren Wesen umgeben, die ich anflehte, ihre Schritte zu mir oder die meinigen zu ihr zu lenken. aber was bist du für ein Tor? sagte ich dann wieder zu mir selber. Noch einmal es versuchen und noch einmal zu ihr gehen wolltest du nicht, und jetzt verlangst du Zeichen und Wunder. Indessen war ich an der Esplanade hinuntergegangen und bis an das kleine Haus gekommen, das in späteren Jahren Schiller bewohnte, als es mich anwandelte, umzukehren und zurück nach dem Palais und von dort eine kleine Straße rechts zu gehen. Ich hatte kaum hundert Schritte in dieser Richtung getan, als ich eine weibliche Gestalt mir entgegenkommen sah, die der Ersehnten vollkommen gleich war, die Straße war nur von dem schwachen Licht ein wenig dämmerig, das hin und wieder durch ein Fenster drang, und da mich diesen Abend eine scheinbare Ähnlichkeit schon oft getäuscht hatte, so fühlte ich nicht den Mut, sie aufs Ungewisse anzureden. Wir gingen dicht aneinander vorbei, so dass unsere Arme sich berührten. Ich stand still und blickte mich um. Sie auch. Sind Sie es? sagte sie, und ich erkannte ihre liebe Stimme. Endlich, sagte ich, und war beglückt bis zu den Tränen. Unsere Hände ergriffen sich. Nun, sagte ich, meine Hoffnung hat mich nicht betrogen. Mit dem größten Verlangen habe ich sie gesucht, mein Gefühl sagte mir, dass ich sie sicher finden würde. Und nun bin ich glücklich und danke Gott, dass es wahr geworden. Aber Sie böser, sagte sie, warum sind Sie nicht gekommen? Ich erfuhr heute zufällig, dass Sie schon seit drei Tagen zurück, und habe den ganzen Nachmittag geweint, weil ich dachte, Sie hätten mich vergessen. Dann vor einer Stunde ergriff mich ein Verlangen und eine Unruhe nach Ihnen. Ich kann es nicht sagen. Es waren ein paar Freundinnen bei mir, deren Besuch mir eine Ewigkeit dauerte. Endlich, als sie fort waren, griff ich unwillkürlich nach meinem Hut und Mäntelchen. Es trieb mich, in die Luft zu gehen, in die Dunkelheit hinaus, ich wußte nicht, wohin. Dabei lagen sie mir immer im Sinn, und es war mir nicht anders, als müssten sie mir begegnen. Indem sie so aus treuem Herzen sprach, hielten wir unsere Hände noch immer gefaßt und drückten uns und gaben uns zu verstehen. Dass die Abwesenheit unsere Liebe nicht erkaltet. Ich begleitete sie bis vor die Tür, bis in ihr Haus. Sie ging auf der finsteren Treppe mir voran, wobei sie meine Hand hielt und mich ihr gewissermaßen nachzog. Mein Glück war unbeschreiblich, sowohl über das endliche Wiedersehen als auch darüber, dass mein Glaube mich nicht betrogen und mein Gefühl von einer unsichtbaren Einwirkung mich nicht getäuscht hatte. Goethe war in der liebevollsten Stimmung. Ich hätte ihm noch stundenlang zuhören können. Allein, er schien nach und nach müde zu werden, und so gingen wir denn in unserem Alkoven sehr bald zu Bett. Jena, Montag, den 8. Oktober 1827. Wir standen frühzeitig auf, während dem Ankleiden erzählte Goethe mir einen Traum der vorigen Nacht, wo er sich nach Göttingen versetzt gesehen und mit dortigen Professoren seiner Bekanntschaft allerlei gute Unterhaltung gehabt. Wir tranken einige Tassen Kaffee und fuhren sodann an dem Gebäude vor, welches die naturwissenschaftlichen Sammlungen enthält. Wir besahen das anatomische Kabinett, allerlei Skelette von Tieren und Urtieren, auch Skelette von Menschen früherer Jahrhunderte, bei welchen Goethe die Bemerkung machte, dass ihre Zähne eine sehr moralische Rasse andeuteten. Er ließ darauf nach der Sternwarte fahren, wo Herr Dr. Schrön uns die bedeutendsten Instrumente vorzeigte und erklärte. Auch das anstoßende metrologische Kabinett ward mit besonderem Interesse betrachtet, und Goethe lobte Herrn Dr. Schrön wegen der in allen diesen Dingen herrschenden großen Ordnung. Wir gingen so dann in den Garten hinab, wo Goethe auf einem Steintisch in einer Laube ein kleines Frühstück hatte arrangieren lassen. Sie wissen wohl kaum, sagte er, an welcher merkwürdigen Stelle wir uns eigentlich befinden. Hier hat Schiller gewohnt. In dieser Laube, auf diesen jetzt fast zusammengebrochenen Bänken, haben wir oft an diesem alten Steintisch gesessen und manches gute und große Wort miteinander gewechselt. Er war damals noch in den Dreißigern, ich selber noch in den Vierzigern, beide waren noch im vollsten Aufstreben, und es war etwas das geht alles hin und vorüber. Ich bin auch nicht mehr der Ich gewesen, aber die alte Erde hält Stich, und Luft und Wasser und Boden sind noch immer dieselbigen. Gehen Sie doch nachher einmal mit Schrön hinauf und lassen Sie sich von ihm in der Mansarde die Zimmer zeigen, die Schiller bewohnt hat. Wir ließen uns indes in dieser anmutigen Luft und an diesem guten Ort das Frühstück sehr wohl schmecken. Schiller war dabei wenigstens in unserem Geiste gegenwärtig, und Goethe widmete ihm noch manches gute Wort eines liebevollen Andenkens. Ich ging darauf mit Schrön in die Mansarde und genoss aus Schillers Fenstern die herrlichste Aussicht. Die Richtung war ganz nach Süden, so daß man stundenweit den schönen Strom durch Gebüsch und Krümmungen unterbrochen heranfliegen sah. Auch hatte man einen weiten Horizont, der Aufgang und Untergang der Planeten war von hier aus herrlich zu beobachten, und man mußte sich sagen, dass dies Lokal durchaus günstig sei, um das Astronomische und Astrologische im Wallenstein zu dichten. Ich ging wieder zu Goethe hinab, der zu Herrn Hofrat Döbereiner erfahren ließ, den er sehr hoch schätzte und der ihm einige neue chemische Experimente zeigte. Es war indes Mittag geworden. Wir saßen wieder im Wagen. »Ich dächte«, sagte Goethe, »wir führen nicht zu Tisch nach dem Bären, sondern genössen den ehrlichen Tag im Freien.« »Ich dächte, wir gingen nach Burgau. Wein haben wir bei uns. Und dort finden wir auf jeden Fall ein...« Guten Fisch, den man entweder sieden oder braten mag. Wir taten so, und es war herrlich. Wir fuhren an den Ufern der Saale hinauf, an Gebüschen und Krümmungen vorbei, den anmutigsten Weg, wie ich ihn vorhin aus Schillers Mansarde gesehen. Wir waren sehr bald in Burgau. Wir stiegen an dem kleinen Gasthof ab, nahe am Fluss und an der Brücke, wo es hinüber nach Lobeda geht, welches Städtchen wir über Wiesen hin nahe vor Augen hatten. In dem kleinen Gasthof war, so, wie Goethe gesagt, die Wirtin entschuldigte, dass sie auf nichts eingerichtet sei, dass es uns aber an einer Suppe und an einem guten Fisch nicht fehlen sollte. Wir promenierten indes im Sonnenschein auf der Brücke hin und her und freuten uns des Flusses, der durch Flößer belebt war, die auf zusammengebundenen, Fichtenden Bohlen von Zeit zu Zeit unter der Brücke hingelitten und bei ihrem mühsamen, nassen Geschäft überaus heiter und laut waren. Wir aßen unseren Fisch im Freien und blieben sodann noch bei einer Flasche Wein sitzen und hatten allerlei gute Unterhaltung. Ein kleiner Falke flog vorbei, der in seinem Flug und seiner Gestalt große Ähnlichkeit mit dem Kuckuck hatte. Es gab eine Zeit, sagte Goethe, wo das Studium der Naturgeschichte noch so weit zurück war, dass man die Meinung allgemein verbreitet fand, der Kuckuck sei nur im Sommer ein Kuckuck, im Winter aber ein Raubvogel. Diese Ansicht, erwiderte ich, existiert im Volke auch jetzt noch. Ja, man dichtet dem guten Vogel auch an, dass sobald er völlig ausgewachsen sei, er seine eigenen Eltern verschlucke. Und so gebraucht man ihn denn als ein Gleichnis des schändlichsten Undanks. Ich kenne noch im gegenwärtigen Augenblicke Leute, die sich diese Absurditäten durchaus nicht wollen ausreden lassen und die daran so fest hängen wie an irgendeinem Artikel ihres christlichen Glaubens. Soviel ich weiß, sagte Goethe, klassifiziert man den Kuckuck zu den Spechten. Man tut so mitunter erwiderte ich, wahrscheinlich aus dem Grunde, weil zwei Zehen seiner schwachen Füße eine Richtung nach innen haben. Ich möchte ihn aber nicht dahinstellen. Er hat für die Lebensart der Spechte so wenig den starken Schnabel, der fähig wäre, irgendeine abgestorbene Baumrinde zu brechen, als die scharfen, sehr starken Schwanzfedern, die geeignet wären, ihn bei einer solchen Operation zu stützen. Auch fehlen seinen Zehen, die zum Anhalten nötigen scharfen Krallen, und ich halte daher seine kleinen Füße nicht für wirkliche Kletterfüße, sondern nur für scheinbare. Die Herren Ornithologen, versetzte Goethe, sind wahrscheinlich froh, wenn sie irgendeinen eigentümlichen Vogel nur einigermaßen schicklich untergebracht haben, wogegen aber die Natur ihr freies Spiel treibt, und sich um die von beschränkten Menschen gemachten Fächer wenig kümmert. So wird die Nachtigall, fuhr ich fort, zu den Grasmücken gezählt, während sie in der Energie ihres Naturells, ihren Bewegungen und ihrer Lebensweise weit mehr Ähnlichkeit mit den Drosseln hat. Aber auch zu den Drosseln möchte ich sie nicht zählen. Sie ist ein Vogel, der zwischen beiden steht, ein Vogel für sich, so wie auch der Kuckuck ein Vogel für sich ist, mit so scharf ausgesprochener Individualität wie einer. Alles, was ich über den Kuckuck gehört habe, sagte Goethe, gibt mir für diesen merkwürdigen Vogel ein großes Interesse. Er ist eine höchst problematische Natur, ein offenbares Geheimnis, das aber nichtsdestoweniger schwer zu lösen, weil es so offenbar ist. Und bei wie vielen Dingen finden wir uns nicht in demselbigen Falle? Wir stecken in lauter Wundern und das letzte und beste der Dinge ist uns verschlossen. Nehmen wir nur die Bienen. Wir sehen sie nach Honig fliegen, stundenweit, und zwar immer einmal in einer anderen Richtung. Jetzt fliegen sie wochenlang westlich nach einem Felde von blühenden Rübsamen, dann ebenso lange nördlich nach blühender Heide dann wieder in eine andere Richtung, nach der Blüte des Buchweizens, dann irgendwo hin auf ein blühendes Kleefeld und endlich wieder in einer anderen Richtung nach blühenden Linden. Wer hat ihnen aber gesagt, jetzt fliegt dorthin, da gibt es etwas für euch, und dann wieder dort, da gibt es etwas Neues, und wer führt sie zurück nach ihrem Dorf und ihrer Zelle? Sie gehen wie an einem unsichtbaren Gängelband hierhin, dorthin. Was es aber eigentlich sei, wissen wir nicht. Ebenso die Lerche. Sie steigt singend auf über einem Halmenfeld. Sie schwebt über einem Meer von Halmen, das der Wind hin und her wiegt und wo die eine Welle aussieht wie die andere. Sie fährt wieder hinab zu ihren Jungen und trifft ohne zu fehlen den kleinen Fleck, wo sie ihr Nest hat. Alle diese äußeren Dinge liegen klar vor uns wie der Tag. Aber ihr inneres, geistiges Band ist uns verschlossen. Mit dem Kuckuck, sagte ich, ist es nicht anders. Wir wissen von ihm, dass er nicht selber brütet, sondern sein Ei in das Nest irgendeines anderen Vogels legt. Wir wissen ferner, dass er es legt in das Nest der Grasmücke. Der gelben Bachstelze des Mönchs ferner in das Nest der Braunelle, in das Nest des Rotkehlchens und in das Nest des Zaunkönigs. Dieses wissen wir. Auch wissen wir gleichfalls, dass dieses alles Insektenvögel sind und es sein müssen, weil der Kuckuck selber ein Insektenvogel ist und der junge Kuckuck von einem Samenfressenden Vogel nicht könnte erzogen werden. Woran aber erkennt der Kuckuck, dass dieses alles auch wirklich Insektenvögel sind, da doch alle diese Genannten sowohl in ihrer Gestalt als in ihrer Farbe voneinander so äußerst abweichen, und auch in ihrer Stimme und in ihren Locktönen so äußerst abweichen. Und ferner, wie kommt es, dass der Kuckuck sein Ei und sein zartes, junges Nestern anvertrauen kann, die in Hinsicht auf Struktur und Temperatur, auf Trockenheit und Feuchte so verschieden sind, wie nur immer möglich. Das Nest der Grasmücke ist von dürren Grashelmchen und einigen Pferdehaaren so leicht gebaut, dass jede Kälte eindringt und jeder Luftzug hindurch weht, auch von oben offen und ohne Schutz. Aber der junge Kuckuck gedeiht darin vortrefflich. Das Nest des Zaunkönigs dagegen ist äußerlich von Moos, Halmen und Blättern dicht und fest gebaut und innen von allerlei Wolle und Federn sorgfältig ausgefüttert, so daß kein Lüftchen hindurchdringen kann. Auch ist es oben gedeckt und gewölbt und nur eine kleine Öffnung zum hinein und hinausschlüpfen des sehr kleinen Vogels gelassen. Man sollte denken, es müßte in heißen Junitagen in solcher geschlossenen Höhle eine Hitze zum ersticken sein. Allein der junge Kuckuck gedeiht darin aufs Beste. Und wiederum, wie anders ist das Nest der gelben Bachstelze. Der Vogel lebt am Wasser, an Bächen und in allerlei Nassen. Er baut sein Nest auf feuchten Triften in einem Büschel von Binsen. Er schart ein Loch in die feuchte Erde und legt es dürftig mit einigen Grashelmchen aus, so dass der junge Kuckuck durchaus im Feuchten und Kühlen gebrütet wird und heranwachsen muss. Und dennoch Gedeiht er wiederum vortrefflich? Was ist das für ein Vogel, für den im zartesten Kindesalter Feuchtes und Trockenes, Hitze und Kälte, Abweichungen, die für jeden anderen Vogel tödlich wären, durchaus gleichgültige Dinge sind? Und wie weiß der alte Kuckuck, dass sie es sind, da er doch selber im Erwachsenenalter für Nässe und Kälte so sehr empfindlich ist? Wir stehen hier, erwiderte Goethe, eben vor einem Geheimnis. Aber sagen Sie mir doch, wenn Sie es beobachtet haben, wie bringt der Kuckuck sein Ei in das Nest des Zaunkönigs, das doch nur eine so geringe Öffnung hat, dass er nicht hineinkommen und er sich nicht selber darauf setzen kann. Er legt es auf irgendeine trockene Stelle, erwiderte ich, und bringt es mit dem Schnabel hinein. Auch glaube ich, dass er nicht bloß beim Zaunkönig, sondern auch bei allen übrigen Nestern es so tut. Denn auch die Nester der anderen Insektenvögel, wenn sie auch oben offen sind, sind doch so klein oder so nahe von Zweigen umgeben, dass der große, langschwänzige Kuckuck sich nicht darauf setzen könnte. Dies ist sehr wohl zu denken. Allein, wie es kommen mag, dass der Kuckuck ein so außerordentlich kleines Ei legt, ja so klein, als wäre es das Ei eines kleinen Insektenvogels, das ist ein neues Rätsel, das man im Stillen bewundert, ohne es lösen zu können. Das Ei des Kuckucks ist nur um ein weniges größer als das Ei der Grasmücke, und es darf im Grunde nicht größer sein, wenn die kleinen Insektenvögel es brüten sollen. Dies ist durchaus gut und vernünftig, allein dass die Natur, um im speziellen Fall weise zu sein, von einem durchgehenden großen Gesetz abweicht, wonach vom Kolibri bis zum Strauß zwischen der Größe des Eis und der Größe des Vogels ein entschiedenes Verhältnis stattfindet, dieses willkürliche Verfahren, sage ich, ist durchaus geeignet, uns zu überraschen und in Erstaunen zu setzen. Es setzt uns allerdings in Erstaunen, erwiderte Goethe, weil unser Standpunkt zu klein ist, als dass wir es übersehen könnten. Wäre uns mehr eröffnet, so würden wir auch diese scheinbaren Abweichungen wahrscheinlich im Umfang des Gesetzes finden. Doch fahren Sie fort und sagen Sie mir mehr. Weiß man denn nicht, wie viele Eier der Kuckuck legen mag? Wer darüber etwas mit Bestimmtheit sagen wollte, antwortete ich, wäre ein großer Tor. Der Vogel ist sehr flüchtig, er ist bald hier und bald dort, man findet von ihm in einem einzigen Nest immer nur ein einziges Ei. Er legt sicherlich mehrere, allein wer weiß, wo sie hingeraten und wer kann ihm nachkommen. Gesetzt aber er legt fünf Eier, und diese würden alle fünf glücklich ausgebrütet und von liebevollen Pflegeeltern herangezogen, so hat man wiederum zu bewundern, dass die Natur sich entschließen mag, für fünf junge Kuckucke, wenigstens fünfzig Junge unserer besten Singvögel zu opfern. In dergleichen Dingen, erwiderte Goethe, pflegt die Natur auch in anderen Fällen nicht eben skrupulös zu sein. Sie hat einen großen Etat von Leben zu vergeuden, und sie tut es gelegentlich ohne sonderliches Bedenken. Wie aber kommt es, dass für einen einzigen jungen Kuckuck so viele junge Singvögel verloren gehen? Zunächst, erwiderte ich, geht die erste Brut verloren, denn im Falle auch die Eier des Singvogels neben dem Kuckucksei wie es wohl geschieht, mit ausgebrütet würden, so haben doch die Eltern über den entstandenen größeren Vogel eine solche Freude und für ihn eine solche Zärtlichkeit, dass sie nur an ihn denken und nur ihn füttern, worüber denn ihre eigenen kleineren Jungen zugrunde gehen und aus dem Nest verschwinden. Auch ist der junge Kuckuck immer begierig und bedarf so viel Nahrung, dass die kleinen Insektenvögel nur immer herbeischleppen können. Es dauert sehr lange, ehe er seine vollständige Größe und sein vollständiges Gefieder erreicht und ehe er fähig ist, das Nest zu verlassen und sich zum Gipfel eines Baumes zu erheben. Ist er aber auch längst ausgeflogen, so verlangt er doch noch fortwährend gefüttert zu werden, so dass der ganze Sommer darüber hingeht und die liebevollen Pflegeeltern ihrem großen Kinde immer nachziehen und auch an eine zweite Brut nicht denken. Aus diesem Grunde gehen denn über einen einzigen jungen Kuckuck so viele andere junge Vögel verloren. Das ist sehr überzeugend, erwiderte Goethe. Doch sagen Sie mir, wird denn der junge Kuckuck, sobald er ausgeflogen ist, auch von anderen Vögeln gefüttert, die ihn nicht gebrütet haben? Es ist mir, als hätte ich dergleichen gehört. Es ist so, antwortete ich, sobald der junge Kuckuck sein niederes Nest verlassen und seinen Sitz etwa in dem Gipfel einer hohen Eiche genommen hat, lässt er einen lauten Ton hören, welcher sagt, dass er da sei. Nun kommen alle kleinen Vögel der Nachbarschaft, die ihn gehört haben, herbei, um ihn zu begrüßen. Es kommt die Grasmücke, es kommt der Mönch, die gelbe Bachstelze fliegt hinauf, ja der Zaunkönig, dessen Naturelles ist, beständig in niederen Hecken und dichten Gebüschen zu schlüpfen, überwindet seine Natur und erhebt sich dem geliebten Ankömmling entgegen zum Gipfel der hohen Eiche. Das Paar aber, das ihn erzogen hat, ist mit dem Füttern treuer, während die übrigen nur gelegentlich mit einem guten Bissen herzufliegen. Es scheint also, sagte Goethe, zwischen dem jungen Kuckuck und den kleinen Insektenvögeln eine große Liebe zu bestehen. Die Liebe der kleinen Insektenvögel zum jungen Kuckuck, erwiderte ich, ist so groß, dass wenn man einem Nest nahe kommt, in welchem ein junger Kuckuck gehegt wird, die kleinen Pflegeeltern vor Schreck und Furcht und Sorge nicht wissen, wie sie sich gebärden sollen. Besonders der Mönch drückt eine große Verzweiflung aus, so dass er fast wie in Krämpfen am Boden flattert. Merkwürdig genug, erwiderte Goethe, aber es lässt sich denken. Allein etwas sehr problematisch erscheint mir, dass zum Beispiel ein Grasmückenpaar, das im Begriff ist, die eigenen Eier zu brüten, dem alten Kuckuck erlaubt, ihrem Nest nahe zu kommen und sein Ei hineinzulegen. Das ist freilich sehr rätselhaft, erwiderte ich, doch nicht so ganz, denn eben dadurch, dass alle kleinen Insektenvögel den ausgeflogenen Kuckuck füttern und dass ihn also auch die füttern, die ihn nicht gebrütet haben, dadurch entsteht und erhält sich zwischen beiden eine Art Verwandtschaft, so dass sie sich fortwährend kennen und als Glieder einer einzigen großen Familie betrachten. Ja, es kann sogar kommen, dass derselbige Kuckuck den ein paar Grasmücken im vorigen Jahr ausgebrütet und erzogen haben, ihnen in diesem Jahr sein Ei bringt. Das lässt sich allerdings hören, erwiderte Goethe, so wenig man es auch begreift. Ein Wunder aber bleibt es immer, dass der junge Kuckuck auch von solchen Vögeln gefüttert wird, die ihn nicht gebrütet und erzogen. Es ist freilich ein Wunder, erwiderte ich. Doch gibt es wohl etwas Analoges? Ja, ich ahne in dieser Richtung sogar ein großes Gesetz, das tief durch die ganze Natur geht. Ich hatte einen jungen Hänfling gefangen, der schon zu groß war, um sich von Menschen füttern zu lassen, aber noch zu jung, um alleine zu fressen. Ich gab mir mit ihm einen halben Tag viele Mühe, da er aber durchaus nichts annehmen wollte, so setzte ich ihn zu einem alten Hänfling hinein, einem guten Sänger, den ich schon seit Jahr und Tag im Käfig gehabt und der außen vor meinem Fenster hing. Ich dachte, wenn der Junge sieht, wie der Alte frisst, so wird er vielleicht auch ans Futter gehen und es ihm nachmachen. Er tat aber nicht so, sondern er öffnete seinen Schnabel gegen den Alten und bewegte mit bittenden Tönen die Flügel gegen ihn, worauf denn der alte Hänfling sich seiner sogleich erbarmte und ihn als Kind annahm und ihn fütterte, als wäre es sein eigenes. Ferner brachte man mir eine graue Grasmücke und drei Junge, die ich zusammen in einen großen Käfig tat und die die Alte fütterte. Am anderen Tage brachte man mir zwei bereits ausgezogene junge Nachtigallen, die ich auch zu den Grasmücken tat und die von ihr gleichfalls adoptiert und gefüttert wurden. Darauf nach einigen Tagen setzte ich noch ein Nest mit beinahe flüggen jungen Müllerchen hinein und ferner noch ein Nest mit fünf jungen Plattmönchen. Diese alle nahm die Grasmücke an und fütterte sie und sorgte für sie als treue Mutter. Sie hatte immer den Schnabel voll Ameiseneier und war bald in der einen Ecke des geräumigen Käfigs und bald in der anderen, und wo immer nur eine hungrige Kehle sich öffnete, da war sie da. Ja, noch mehr. Auch das eine indes herangewachsene Junge der Grasmücke fing an, einige der kleineren zu füttern. Zwar noch spielend und etwas kinderhaft, aber doch schon mit entschiedenem Trieb, es der trefflichen Mutter nachzutun. Da stehen wir allerdings vor etwas Göttlichem, sagte Goethe, das mich in ein freudiges Erstaunen setzt. Wäre es wirklich, dass dieses Füttern eines Fremden als etwas allgemein Gesetzliches durch die Natur ginge, so wäre damit manches Rätsel gelöst, und man könnte mit Überzeugung sagen, dass Gott sich der verwaisten jungen Raben erbarme, die ihn anrufen. Etwas Allgemeingesetzliches, erwiderte ich, scheint es allerdings zu sein, denn ich habe auch im wilden Zustand dieses hilfreiche Füttern und dieses Erbarmen gegen Verlassene beobachtet ich hatte im vorigen sommer in der nähe von tieffurt zwei junge zaunkönige gefangen die wahrscheinlich erst ganz kürzlich ihr nest verlassen hatten denn sie saßen in einem busch auf einem zweig nebst sieben geschwistern in einer reihe und ließen sich von ihren alten füttern ich nahm die beiden jungen Vögel in mein seidenes Taschentuch und ging in der Richtung nach Weimar bis ans Schießhaus, dann rechts nach der Wiese, an der Ilm hinunter und an dem Badeplatz vorüber und dann wieder links in das kleine Gehölz. Hier dachte ich, hast du Ruhe, um einmal nach deinen Zaunkönigen zu sehen. Als ich aber das Tuch öffnete, entschlüpften sie mir beide und waren sogleich im Gebüsch und Grase verschwunden, so daß mein Suchen nach ihnen vergebens war. Am dritten Tage kam ich zufällig wieder an dieselbige Stelle, und da ich die Locktöne eines Rotkehlchens hörte, so vermutete ich ein Nest in der Nähe, welches ich nach einigem Umherspähen auch wirklich fand. Wie groß aber war mein Erstaunen, als ich in diesem Nest neben beinahe flüggen jungen Rotkehlchen auch meine beiden jungen Zaunkönige fand, die sich hier ganz gemütlich untergetan hatten, und sich von der alten Rotkehlchen füttern ließen. Ich war im hohen Grade glücklich über diesen höchst merkwürdigen Fund. Da ihr so klug seid, dachte ich bei mir selber und euch so hübsch habt zu helfen gewusst, und da auch die guten Rotkehlchen sich euer so hilfreich angenommen, so bin ich weit entfernt, so gastfreundliche Verhältnisse zu stören. Im Gegenteil wünsche ich euch das allerbeste Gedeihen. Das ist eine der besten ornithologischen Geschichten, die mir je zu Ohren gekommen, sagte Goethe. Stoßen Sie an, Sie sollen leben und Ihre glücklichen Beobachtungen mit. Wer das hört und nicht an Gott glaubt, dem helfen nicht Moses und die Propheten. Das ist es nun, was ich die Allgegenwart Gottes nenne, der einen Teil seiner unendlichen Liebe überall verbreitet und eingepflanzt hat, und schon im Tier dasjenige als Knospe andeutet, was im edlen Menschen zur schönsten Blüte kommt. Führen Sie ja in Ihren Studien und Ihren Beobachtungen fort. Sie scheinen darin ein besonderes Glück zu haben und können noch ferner zu ganz unschätzbaren Resultaten kommen. Indes wir nun so an unserem Tisch in freier Natur uns über gute und tiefe Dinge unterhielten. Neigte sich die Sonne den Gipfeln der westlichen Hügel zu, und Goethe fand es an der Zeit, unseren Rückweg anzutreten. Wir fuhren rasch durch Jena, und nachdem wir ihm Bären bezahlt und noch einen kurzen Besuch bei Frommanns gemacht, ging es im scharfen Trab nach Weimar. Donnerstag, den 18. Oktober 1827. Hegel ist hier den Goethe persönlich sehr hochschätzt, wenn auch einige seiner Philosophie entsprossenen Früchte ihm nicht sonderlich munden wollen. Goethe gab ihm zu Ehren diesen Abend einen Tee, wobei auch Zelter gegenwärtig, der aber noch diese Nacht wieder abzureisen im Sinne hatte. Man sprach sehr viel über Hermann, wobei besonders Hegel das Wort führte und über jenen außerordentlichen Geist so gründliche Ansichten entwickelte, wie sie nur aus dem ernstesten und gewissenhaftesten Studium des Gegenstandes hervorgehen können. So dann wendete sich das Gespräch auf das Wesen der Dialektik. Es ist im Grunde nichts weiter, sagte Hegel, als der geregelte, methodisch ausgebildete Widerspruchsgeist, der jedem Menschen innewohnt und welche Gabe sich groß erweist in Unterscheidung des Wahren vom Falschen wenn nur, fiel Goethe ein, solche geistigen Künste und Gewandtheiten nicht häufig gemißbraucht und dazu verwendet würden, um das Falsche wahr und das Wahre falsch zu machen. »Dergleichen geschieht wohl«, erwiderte Hegel, »aber nur von Leuten, die geistig krank sind.« »Da lobe ich mir«, sagte Goethe, »das Studium der Natur, das eine solche Krankheit nicht aufkommen lässt.« denn hier haben wir es mit dem unendlich und ewig Wahren zu tun, dass jeden, der nicht durchaus rein und ehrlich bei Beobachtung und Behandlung seines Gegenstandes verfährt, sogleich als unzulänglich verwirft. Auch bin ich gewiss, dass mancher dialektisch Kranke im Studium der Natur eine wohltätige Heilung finden könnte. Wir waren noch im besten Gespräch und in der heitersten Unterhaltung, als Zelter aufstand und, ohne ein Wort zu sagen, hinausging. Wir wussten, es tat ihm leid, von Goethen Abschied zu nehmen und dass er diesen zarten Ausweg wähle, um über einen schmerzlichen Moment hinwegzukommen. 1828 Dienstag, den 11. März 1828. Ich bin seit mehreren Wochen nicht ganz wohl, ich schlafe schlecht, und zwar in den unruhigsten Träumen von Abend bis zum Morgen, wo ich mich in sehr verschiedenartigen Zuständen sehe, allerlei Gespräche mit bekannten und unbekannten Personen führe, mich herumstreite und zanke, und zwar alles so lebendig, dass ich mir jeder Einzelheit am anderen Morgen noch deutlich bewusst bin. Dieses Traumleben aber zehrt von den Kräften meines Gehirns, so dass ich mich am Tage schlaff und abgespannt fühle, zu jeder geistigen Tätigkeit ohne Lust und Gedanken. Ich hatte Goethen wiederholt meinen Zustand geklagt, und er hatte mich wiederholt getrieben, mich doch meinem Arzt zu vertrauen. Was euch fehlt, sagt er, ist gewiß nicht der Mühe wert, wahrscheinlich nichts als eine kleine Stockung, die durch einige Gläser Mineralwasser oder ein wenig Salz zu heben ist, aber lasst es nicht länger so fortschlendern, sondern tut dazu. Goethe mochte ganz recht haben, und ich sagte mir selber, dass er recht habe, allein jene Unentschlossenheit und Unlust wirkte auch in diesem Falle, und ich ließ wiederum unruhige Nächte und schlechte Tage verstreichen, ohne das Mindeste zur Abstellung meines Übels zu tun. Als ich nun heute nach Tisch abermals nicht ganz frei und heiter vor Goethe erschien, Riss ihm die Geduld, und er konnte nicht umhin, mich ironisch anzulächeln und mich ein wenig zu verhöhnen. Ihr seid der zweite Shandy, sagte er, der Vater jenes berühmten Tristram, den ein halbes Leben eine knarrende Tür ärgerte und der nicht zu dem Entschluss kommen konnte, seinen täglichen Verdruß durch ein paar Tropfen Öl zu beseitigen. Aber so ist es mit uns allen. Des Menschen Verdüsterungen und Erleuchtungen machen sein Schicksal. Es täte uns not, dass der Dämon uns täglich am Gängelband führte und uns sagte und triebe, was immer zu tun sei. Aber der gute Geist verlässt uns und wir sind schlaff und tappen im Dunkeln. Da war Napoleon ein Kerl, immer leuchtend, immer klar und entschieden und zu jeder Stunde mit der hinreichenden Energie begabt, um das, was er als vorteilhaft und notwendig erkannt hatte, sogleich ins Werk zu setzen. Sein Leben war das Schreiten eines Halbgottes von Schlacht zu Schlacht und von Sieg zu Sieg. Von ihm könnte man sehr wohl sagen, dass er sich in dem Zustand einer fortwährenden Erleuchtung befunden, weshalb auch sein Geschick ein so glänzendes war, wie es die Welt vor ihm nicht sah und vielleicht auch nach ihm nicht sehen wird. Ja, ja, mein Guter, das war ein Kerl, dem wir es freilich nicht nachmachen können. Goethe schritt im Zimmer auf und ab, ich hatte mich an den Tisch gesetzt, der zwar bereits abgeräumt war, aber auf dem sich noch einige Reste Wein befanden, nebst einigem Biskuit und Früchten. Goethe schenkte mir ein und nötigte mich, von beiden etwas zu genießen. Sie haben zwar verschmäht, sagte er, diesen Mittag unser Gast zu sein, doch dürfte ein Glas von diesem Geschenk, lieber Freunde, Ihnen ganz wohl tun. Ich ließ mir so gute Dinge gefallen, während Goethe fortfuhr, im Zimmer auf und ab zu gehen und aufgeregten Geistes vor sich hin zu brummen und von Zeit zu Zeit unverständliche Worte herauszustoßen. Das, was er soeben über Napoleon gesagt, lag mir im Sinn, und ich ersuchte, das Gespräch auf jenen Gegenstand zurückzuführen. Doch scheint es mir, begann ich, dass Napoleon sich besonders in dem Zustand jener fortwährenden Erleuchtung befunden, als er noch jung und in aufsteigender Kraft war, wo wir denn auch einen göttlichen Schutz und ein beständiges Glück ihm zur Seite sehen. In späteren Jahren dagegen scheint ihm jene Erleuchtung verlassen zu haben, sowie sein Glück und sein guter Stern. Was wollt ihr? erwiderte Goethe, ich habe auch meine Liebeslieder und meinen Werter nicht zum zweiten Mal gemacht. Jene göttliche Erleuchtung, wodurch das Außerordentliche entsteht, werden wir immer mit der Jugend und der Produktivität im Bunde finden, wie denn Napoleon einer der produktivsten Menschen war, die je gelebt haben. Ja, ja, mein Guter, man braucht nicht bloß Gedichte und Schauspiele zu machen, um produktiv zu sein. Es gibt auch eine Produktivität der Taten und die in manchen Fällen noch um ein bedeutenderes Höher steht. Selbst der Arzt muss produktiv sein, wenn er wahrhaft heilen will. Ist er es nicht, so wird ihm nur hin und wieder wie durch Zufall etwas gelingen. Im Ganzen aber wird er nur Pfuscherei machen. Sie scheinen, versetzte ich, in diesem Fall Produktivität zu nennen, was man sonst Genie nannte. Beides sind auch sehr naheliegende Dinge, erwiderte Goethe. Denn was ist Genie anders als jene produktive Kraft, wodurch Taten entstehen, die vor Gott und der Natur sich zeigen können, und die eben deswegen Folge haben und von Dauer sind. Alle Werke Mozarts sind dieser Art, es liegt in ihnen eine zeugende Kraft, die von Geschlecht zu Geschlecht fortwirkt und sobald nicht erschöpft und verzehrt sein dürfte. Von anderen großen Komponisten und Künstlern gilt dasselbe. Wir haben nicht Phidias und Raphael auf nachfolgende Jahrhunderte gewirkt, und wie nicht Dürer und Holbein. Derjenige, der zuerst die Formen und Verhältnisse der altdeutschen Baukunst erfand, so dass im Laufe der Zeit ein Straßburger Münster und ein Kölner Dom möglich wurde, war auch ein Genie, denn seine Gedanken haben fortwährend produktive Kräfte behalten und wirken bis auf die heutige Stunde. Luther war ein Genie, sehr bedeutender Art. Er wirkt nun schon manchen guten Tag, und die Zahl der Tage, wo er in fernen Jahrhunderten aufhören wird, produktiv zu sein, ist nicht abzusehen. Lessing wollte den hohen Titel eines Genies ablehnen, allein seine dauernden Wirkungen zeugen wieder ihn selber. Dagegen haben wir in der Literatur andere und zwar bedeutende Namen, die, als sie lebten, für große Genies gehalten wurden, deren Wirken aber mit ihrem Leben endete, und die also weniger waren, als sie und andere dachten. Denn wie gesagt, es gibt kein Genie ohne produktiv fortwirkende Kraft, und ferner, es kommt dabei gar nicht auf das Geschäft, die Kunst und das Metier an, das einer treibt, es ist alles dasselbige. Ob einer sich in der Wissenschaft genial erweist, wie Ocken und Humboldt, oder im Krieg und der Staatsverwaltung, wie Friedrich, Peter der Große und Napoleon, oder ob einer ein Lied macht, wie es ist alles gleich und kommt bloß darauf an, ob der Gedanke, das Aperçu, die Tat lebendig sei und fortzuleben vermöge. Und dann muss ich noch sagen, nicht die Masse der Erzeugnisse und Taten, die von jemandem ausgehen, deuten auf einen produktiven Menschen. Wir haben in der Literatur Poeten, die für sehr produktiv gehalten werden, weil von ihnen ein Band Gedichte nach dem anderen erschienen ist. Nach meinem Begriff aber sind diese Leute durchaus unproduktiv zu nennen, denn was sie machten, ist ohne Leben und Dauer. Goldsmith dagegen hat so wenige Gedichte gemacht, dass ihre Zahl nicht der Rede wert, allein dennoch muss ich ihn als Poeten für durchaus produktiv erklären, und zwar eben deswegen, weil das Wenige, was er machte, ein innewohnendes Leben hat, das sich zu erhalten weiß. Es entstand eine Pause, während welcher Goethe fortfuhr, im Zimmer auf und ab zu gehen. Ich war indes begierig, über diesen wichtigen Punkt noch etwas Weiteres zu hören und suchte daher Goethe wieder in Anregung zu bringen. Liegt denn, sagte ich, diese geniale Produktivität bloß im Geiste eines bedeutenden Menschen oder liegt sie auch im Körper? Wenigstens, erwiderte Goethe, hat der Körper darauf den größten Einfluss. Es gab zwar eine Zeit, wo man in Deutschland sich ein Genie als klein, schwach, wohl gar bucklig dachte Allein ich lobe mir ein Genie, das den gehörigen Körper hat. Wenn man von Napoleon gesagt, er sei ein Mensch aus Granit, so gilt dieses besonders auch von seinem Körper. Was hat sich der nicht alles zugemutet und zumuten können? Von dem brennenden Sand der syrischen Wüste bis zu den Schneefeldern von Moskau, welche Unsumme von Märschen, Schlachten und nächtlichen Biwaks liegen da nicht in der Mitte. Und welche Strapazen und körperliche Entbehrungen hat er dabei nicht aushalten müssen. Wenig Schlaf, wenig Nahrung und dabei immer in der höchsten geistigen Tätigkeit. Bei der fürchterlichen Anstrengung und Aufregung des 18. Brumaire ward es Mitternacht. Und er hatte den ganzen Tag noch nichts genossen, und ohne nun an seine körperliche Stärkung zu denken, fühlte er sich Kraft genug, um noch tief in der Nacht die bekannte Proklamation an das französische Volk zu entwerfen. Wenn man erwägt, was der alles durchgemacht und ausgestanden, so sollte man denken, es wäre in seinem vierzigsten Jahre kein heiles Stück mehr an ihm gewesen, Allein er stand in jenem Alter noch auf den Füßen eines vollkommenen Helden. Aber Sie haben ganz recht, der eigentliche Glanzpunkt seiner Taten fällt in die Zeit seiner Jugend. Und es wollte etwas heißen, dass einer aus dunkler Herkunft und in einer Zeit, die alle Kapazitäten in Bewegung setzte, sich so herausmachte, um in seinem 27. Jahr der Abgott einer Nation von 30 Millionen zu sein. Ja, ja, mein Guter. Man muss jung sein, um große Dinge zu tun. Und Napoleon ist nicht der Einzige. Sein Bruder Lucien, bemerkte ich, war auch schon früh sehr hohen Dingen gewachsen. Wir sehen ihn als Präsidenten der 500 und darauf als Minister des Innern im kaum vollendeten 25. Jahr. Was wollen Sie mit Lucien? fiel Goethe ein. Die Geschichte bietet uns der tüchtigsten Leute zu Hunderten, die sowohl im Kabinett als im Felde im noch jugendlichen Alter den bedeutendsten Dingen mit großem Ruhme vorstanden. Wäre ich ein Fürst, fuhr er lebhaft fort, so würde ich zu meinen ersten Stellen nie Leute nehmen, die bloß durch Geburt und Anciennität nach und nach heraufgekommen sind und nun in ihrem Alter im gewohnten Gleise langsam gemächlich fortgehen, wobei denn freilich nicht viel Gescheites zutage kommt. Junge Männer wollte ich haben, aber es müssten Kapazitäten sein, mit Klarheit und Energie ausgerüstet und dabei vom besten Wollen und edelsten Charakter. Da wäre es eine Lust zu herrschen und sein Volk vorwärts zu bringen, aber wo ist ein Fürst, dem es so wohl würde, der so gut bedient wäre? Große Hoffnung setze ich auf den jetzigen Kronprinzen von Preußen. Nach allem, was ich von ihm kenne und höre, ist er ein sehr bedeutender Mensch, und das gehört dazu, um wieder tüchtige und talentvolle Leute zu erkennen und zu wählen. Denn man sage was man will das gleiche kann nur vom gleichen erkannt werden und nur ein Fürst der selber große Fähigkeiten besitzt wird wiederum große Fähigkeiten in seinen Untertanen und Dienern gehörig erkennen und schätzen dem Talente offene Bahn war der bekannte Spruch Napoleons der freilich in der Wahl seiner Leute einen ganz besonderen Takt hatte der jede bedeutende Kraft an die Stelle zu setzen wußte wo sie in ihrer eigentlichen Sphäre erschien, und der daher auch in seinem Leben bei allen großen Unternehmungen bedient war wie kaum ein anderer. Goethe gefiel mir diesen Abend ganz besonders. Das Edelste seiner Natur schien in ihm rege zu sein, dabei war der Klang seiner Stimme und das Feuer seiner Augen von solcher Kraft, als wäre er von einem frischen Auflodern seiner besten Jugend durchglüht. Merkwürdig war es mir, daß er, der selbst in so hohen Jahren noch einem bedeutenden Posten vorstand, so ganz entschieden der Jugend das Wort redete und die ersten Stellen im Staat, wenn auch nicht von Jünglingen, doch von Männern in noch jugendlichem Alter besetzt haben wollte. Ich konnte nicht umhin, einige hochstehende deutsche Männer zu erwähnen, denen im hohen Alter die nötige Energie und jugendliche Beweglichkeit zum Betrieb der bedeutendsten und mannigfaltigsten Geschäfte doch keineswegs zu fehlen scheine. Solche Männer und ihresgleichen, erwiderte Goethe, sind geniale Naturen, mit denen es eine eigene Bewandtnis hat. Sie erleben eine wiederholte Pubertät, während andere Leute nur einmal jung sind. Jede Entelegie nämlich ist ein Stück Ewigkeit, und die paar Jahre, die sie mit dem irdischen Körper verbunden ist, machen sie nicht alt. Ist diese Entelegie geringerer Art, so wird sie während ihrer körperlichen Verdüsterung wenig Herrschaft ausüben, vielmehr wird der Körper vorherrschen, und wie er altert, wird sie ihn nicht halten und hindern. Ist aber die Entelegie mächtiger Art, wie es bei allen genialen Naturen der Fall ist, so wird sie bei ihrer belebenden Durchdringung des Körpers nicht allein auf dessen Organisation kräftigend und veredelnd einwirken, sondern sie wird auch bei ihrer geistigen Übermacht ihr Vorrecht einer ewigen Jugend fortwährend geltend zu machen suchen. Daher kommt es denn, dass wir bei vorzüglich begabten Menschen auch während ihres Alters immer noch frische Epochen besonderer Produktivität wahrnehmen, es scheint bei ihnen immer einmal wieder eine temporäre Verjüngung einzutreten, und das ist es, was ich eine wiederholte Pubertät nennen möchte. Aber jung ist jung, und wie mächtig auch eine Entelegie sicherweise, sie wird doch über das Körperliche nie ganz Herr werden, und es ist ein gewaltiger Unterschied, ob sie an ihm einen Alliierten oder einen Gegner findet. Ich hatte in meinem Leben eine Zeit, wo ich tagtäglich einen gedruckten Bogen von mir fordern konnte und es gelang mir mit Leichtigkeit. Meine Geschwister habe ich in drei Tagen geschrieben, mein Klavigo, wie Sie wissen, in acht. Jetzt soll ich dergleichen wohl bleiben lassen, und doch kann ich über Mangel an Produktivität, selbst in meinem hohen Alter, mich keineswegs beklagen. Was mir aber in meinen jungen Jahren täglich und unter allen Umständen gelang, gelingt mir jetzt nur periodenweise und unter gewissen günstigen Bedingungen. Als mich vor zehn, zwölf Jahren in der glücklichen Zeit nach dem Befreiungskrieg die Gedichte des Divan in ihrer Gewalt hatten, war ich produktiv genug, um oft an einem Tag zwei bis drei zu machen, unter freiem Felde, im Wagen oder im Gasthof, es war mir alles gleich. Jetzt, am zweiten Teil meines Faust, kann ich nur in den frühen Stunden des Tages arbeiten, wo ich mich vom Schlaf erquickt und gestärkt fühle und die Fratzen des täglichen Lebens mich noch nicht verwirrt haben. Und doch, was ist es, das ich ausführe, im allerglücklichsten Fall eine geschriebene Seite, in der Regel aber nur so viel, als man auf den Raum einer Hand breit schreiben könnte, und oft bei unproduktiver Stimmung noch weniger. Gibt es denn im Allgemeinen, sagte ich, kein Mittel, um eine produktive Stimmung hervorzubringen, oder wenn sie nicht mächtig genug wäre, sie zu steigern? Um diesen Punkt, erwiderte Goethe, steht es gar wunderlich und wäre darüber allerlei zu denken und zu sagen. Jede Produktivität höchster Art, jedes bedeutende Aperçu, jede Erfindung, jeder große Gedanke, der Früchte bringt und Folge hat, steht in niemandes Gewalt und ist über aller irdischen Macht erhaben. Dergleichen hat der Mensch als unverhoffte Geschenke von oben, als reine Kinder Gottes zu betrachten, die er mit freudigem Dank zu empfangen und zu verehren hat. Es ist dem dämonischen Verwandt, das übermächtig mit ihm tut, wie es beliebt, und indem er sich bewusstlos hingibt, während er glaubt, der Handler aus eigenem Antriebe. In solchen Fällen ist der Mensch oftmals als ein Werkzeug einer höheren Weltregierung zu betrachten, als ein würdig befundenes Gefäß zur Aufnahme eines göttlichen Einflusses. Ich sage dies, indem ich erwäge, wie oft ein einziger Gedanke ganzen Jahrhunderten eine andere Gestalt gab, und wie einzelne Menschen durch das, was von ihnen ausging, ihrem Zeitalter ein Gepräge aufdrückten, das noch in nachfolgenden Geschlechtern kenntlich blieb und wohltätig fortwirkte. So dann aber gibt es jene Produktivität anderer Art, die schon eher irdischen Einflüssen unterworfen ist und die der Mensch schon mehr in seiner Gewalt hat, obgleich er auch hier immer noch sich vor etwas Göttlichem zu beugen Ursachen findet. In dieser Region zähle ich alles zur Ausführung eines Planes gehörige, alle Mitglieder einer Gedankenkette, deren Endpunkte bereits leuchtend dastehen. Ich zähle dahin alles dasjenige, was den sichtbaren Leib und Körper eines Kunstwerkes ausmacht. So kam Shakespeare, der erste Gedanke zu seinem Hamlet, wo sich ihm der Geist des Ganzen als unerwarteter Eindruck vor die Seele stellte, und er die einzelnen Situationen, Charaktere und Ausgang des Ganzen in erhöhter Stimmung übersah, als ein reines Geschenk von oben, worauf er keinen unmittelbaren Einfluss gehabt hatte, obgleich die Möglichkeit, ein solches Apercüüd zu haben, immer einen Geist wie den seinigen voraussetzte. Die spätere Ausführung der einzelnen Szenen aber und die Wechselreden der Personen hatte er vollkommen in seiner Gewalt, so daß er sie täglich und stündlich machen und daran wochenlang fortarbeiten konnte, wie es ihm nur beliebte. Und zwar sehen wir an allem, was er ausführte, immer die gleiche Kraft der Produktion, und wir kommen in allen seinen Stücken nirgend auf eine Stelle, von der man sagen könnte, sie sei nicht in der rechten Stimmung und nicht mit dem vollkommensten Vermögen geschrieben. Indem wir ihn lesen, erhalten wir von ihm den Eindruck eines geistig wie körperlich durchaus und stets gesunden, kräftigen Menschen. Gesetzt aber eines dramatischen Dichters körperliche Konstitution wäre nicht so fest und vortrefflich, und er wäre vielmehr häufigen Kränklichkeiten und Schwächlichkeiten unterworfen, so würde die zur täglichen Ausführung seiner Szene nötige Produktivität sicher sehr häufig stocken und oft wohl tagelang gänzlich mangeln. Wollte er nun etwa durch geistige Getränke die mangelnde Produktivität herbeinötigen und die unzulängliche dadurch steigern, so würde das jedenfalls auch wohl angehen allein, man würde es allen Szenen, die er auf solche Weise gewissermaßen forciert hätte, zu ihrem großen Nachteil anmerken. Mein Rat ist daher, nichts zu forcieren und alle unproduktiven Tage und Stunden lieber zu vertändeln und zu verschlafen, als in solchen Tagen etwas machen zu wollen, woran man später keine Freude hat. Sie sprechen, erwiderte ich, etwas aus, was ich selber sehr oft erfahren und empfunden, und was man sicher als durchaus wahr und richtig zu verehren hat, aber doch will mir scheinen, als obwohl jemand durch natürliche Mittel seine produktive Stimmung steigern könnte, ohne sie gerade zu forcieren. Ich war in meinem Leben sehr oft in dem Fall bei gewissen komplizierten Zuständen zu keinem rechten Entschluss kommen zu können, trank ich aber in solchen Fällen einige Gläser Wein, so war es mir sogleich klar, was zu tun sei, und ich war auf der Stelle entschieden. Das Fassen eines Entschlusses ist aber doch auch eine Art Produktivität, und wenn nun einige Gläser Wein diese Tugend bewirken, so dürfte ein solches Mittel doch nicht ganz zu verwerfen sein. Ihrer Bemerkung, erwiderte Goethe, will ich nicht widersprechen. Was ich aber vorhin sagte, hat auch seine Richtigkeit. Woraus wir denn sehen, dass die Wahrheit wohl einem Diamant zu vergleichen wäre, dessen Strahlen nicht nach einer Seite gehen, sondern nach vielen. Da Sie übrigens meinen Divan so gut kennen, so wissen Sie, dass ich selber gesagt habe, wenn man getrunken hat, weiß man das Rechte. Und dass ich Ihnen also vollkommen beistimme. Es liegen im Wein allerdings produktiv machende Kräfte sehr bedeutender Art, aber es kommt dabei alles auf Zustände und Zeit und Stunde an, und was dem einen nützet, schadet dem anderen. Es liegen ferner produktiv machende Kräfte in der Ruhe und im Schlaf. Sie liegen aber auch in der Bewegung. Es liegen solche Kräfte im Wasser und ganz besonders in der Atmosphäre. Die frische Luft des freien Feldes ist der eigentliche Ort, wo wir hingehören. Es ist, als ob der Geist Gottes dort den Menschen unmittelbar anwehte und eine göttliche Kraft ihren Einfluss ausübte. Lord Byron, der täglich mehrere Stunden im Freien lebte, bald zu Pferde am Strande des Meeres reitend, bald im Boote segelnd oder rudernd, dann sich im Meere badend und seine Körperkraft im Schwimmen übend, war einer der produktivsten Menschen, die je gelebt haben. Goethe hatte sich mir gegenübergesetzt, und wir sprachen noch über allerlei Dinge, und dann verweilten wir wieder bei Lord Byron, und es kamen die mancherlei Unfälle zur Erwähnung, die sein späteres Leben getrübt, bis zuletzt ein zwar edles Wollen, aber ein unseliges Geschick ihn nach Griechenland geführt und vollends zugrunde gerichtet. Überhaupt, fuhr Goethe fort, werden Sie finden, dass im mittleren Leben eines Menschen häufig eine Wendung eintritt. Und das, wie ihn in seiner Jugend alles begünstigte und alles ihm glückte, nun mit einem Mal alles ganz anders wird. Und ein Unfall und ein Missgeschick sich auf das andere häuft. Wissen Sie aber, wie ich es mir denke, der Mensch muss wieder ruiniert werden. Jeder außerordentliche Mensch hat eine gewisse Sendung, die er zu vollführen berufen ist. Hat er sie vollbracht, so ist er auf Erden in dieser Gestalt nicht weiter vonnöten und die Vorsehung verwendet ihn wieder zu etwas anderem. Da aber hienieden alles auf natürlichem Wege geschieht, so stellen ihm die Dämonen ein Bein nach dem anderen, bis er zuletzt unterliegt. So ging es Napoleon und vielen anderen. Mozart starb in seinem sechsunddreißigsten Jahr, Raphael in fast gleichem Alter, Byron nur um weniges älter. Alle aber hatten ihre Mission auf das Vollkommenste erfüllt, und es war wohl Zeit, daß sie gingen, damit auch andere Leute in dieser auf eine lange Dauer berechneten Welt noch etwas zu tun übrig bliebe. Es war indes tief Abend geworden, Goethe reichte mir seine liebe Hand und ich ging. Mittwoch, den 12. März 1828. Nachdem ich Goethe gestern Abend verlassen hatte, lag mir das mit ihm geführte bedeutende Gespräch fortwährend im Sinn. Auch von den Kräften des Meeres und der Seeluft war die Rede gewesen wo denn Goethe die Meinung äußerte, dass er alle Insulaner und Meeranwohner des gemäßigten Klimas bei weitem für produktiver und tatkräftiger halte als die Völker im Innern großer Kontinente. War's nun, dass ich mit diesen Gedanken und mit einer gewissen Sehnsucht nach den belebenden Kräften des Meeres einschlief, genug, ich hatte in der Nacht folgenden anmutigen und mir sehr merkwürdigen Traum. Ich sah mich nämlich in einer unbekannten Gegend unter fremden Menschen überaus heiter und glücklich. Der schönste Sommertag umgab mich in einer reizenden Natur, wie es etwa an der Küste des Mittelländischen Meeres, im südlichen Spanien oder Frankreich oder in der Nähe von Genua sein möchte. Wir hatten mittags an einer lustigen Tafel gezecht, und ich ging mit anderen etwas jüngeren Leuten, um eine weitere Nachmittagspartie zu machen. Wir waren durch buschige, angenehme Niederungen geschlendert, als wir uns mit einem Male im Meer auf der kleinsten Insel sahen, auf einem herausragenden Felsstück, wo kaum fünf bis sechs Menschen Platz hatten und wo man sich nicht rühren konnte, ohne Furcht ins Wasser zu gleiten. Rückwärts, wo wir hergekommen waren, erblickte man nichts als die See, vor uns aber lag die Küste in der Entfernung einer Viertelstunde auf das einladendste ausgebreitet. Das Ufer war an einigen Stellen flach, an anderen felsig und mäßig erhöht, und man erblickte zwischen grünen Lauben und weißen Zelten ein gewimmellustiger Menschen in hellfarbigen Kleidern, die sich bei schöner Musik, die aus den Zelten herübertönte, einen guten Tag machten. Da ist nun weiter nichts zu tun, sagte einer zum anderen, wir müssen uns entkleiden und hinüberschwimmen ihr ja, habt gut reden sagte ich ihr seid jung und schön und überdies gute schwimmer ich aber schwimme schlecht und es fehlt mir die ansehnliche gestalt um mit lust und behagen vor den fremden leuten am ufer zu erscheinen du bist ein tor sagte einer der schönsten entkleide dich nur und gib mir deine gestalt du sollst indes die meinige haben auf dieses Wort entkleidete ich mich schnell und war im Wasser und fühlte mich im Körper des anderen sofort als einen kräftigen Schwimmer. Ich hatte bald die Küste erreicht und trat mit dem heitersten Vertrauen nackt und triefend unter die Menschen. Ich war glücklich im Gefühl dieser schönen Glieder, mein Benehmen war ohne Zwang, und ich war sogleich vertraut mit den Fremden vor einer Laube an einem Tisch, wo es lustig herging. Meine Kameraden waren auch nach und nach an Land gekommen und hatten sich zu uns gesellt und es fehlte nur noch der Jüngling mit meiner Gestalt, in dessen Gliedern ich mich so wohl fühlte. Endlich kam auch er in die Nähe des Ufers und man fragte mich, ob ich denn nicht Lust habe, mein früheres Ich zu sehen. Bei diesen Worten wandelte mich ein gewisses Unbehagen an, teils weil ich keine große Freude an mir selber zu haben glaubte, Teils auch, weil ich fürchtete, jener Freund möchte seinem eigenen Körper sogleich zurückverlangen. Dennoch wandte ich mich zum Wasser und sah mein zweites Selbst ganz nah heranschwimmen und, indem er den Kopf etwas seitwärts wandte, lachend zu mir heraufblicken Es steckt keine Schwimmkraft in deinen Gliedern, rief er mir zu. Ich habe gegen Wellen und Brandung gut zu kämpfen gehabt. Es ist nicht zu verwundern, dass ich so spät komme, und vor allem der Letzte bin. Ich erkannte sogleich das Gesicht. Es war das meinige, aber verjüngt und etwas voller und breiter und von der frischesten Farbe. Jetzt trat er ans Land, und indem er sich aufrichtend auf dem Sande die ersten Schritte tat, hatte ich den Überblick seines Rückens und seiner Schenkel und freute mich über die Vollkommenheit seiner Gestalt. Er kam das Felsufer herauf zu uns andern, und als er neben mich trat, hatte er vollkommen meine neue Größe. Wie ist doch, dachte ich bei mir selbst, dein kleiner Körper so schön herangewachsen. Haben die Urkräfte des Meeres so wunderbar auf ihn gewirkt? Oder ist es, weil der jugendliche Geist des Freundes die Glieder durchdrungen hat? Indem wir darauf eine gute Weile vergnügt beisammen gewesen, wunderte ich mich im stillen, dass der Freund nicht tat, als ob er seinen eigenen Körper wieder einzutauschen Neigung habe. Wirklich, dachte ich, sieht er auch so recht stattlich aus, und es könnte ihm im Grunde einerlei sein, mir aber ist es nicht einerlei, denn ich bin nicht sicher, ob ich in jenem Leibe nicht wieder zusammengehe und nicht wieder so klein werde wie zuvor. Um über diese Angelegenheit ins Gewissen zu kommen, nahm ich meinen Freund auf die Seite und fragte ihn, wie er sich in meinen Gliedern fühle. Vollkommen gut, sagte er, ich habe dieselbe Empfindung meines Wesens und meiner Kraft wie sonst. Ich weiß nicht, was du gegen deine Glieder hast, sie sind mir völlig recht, und du siehst, man muß nur etwas aus sich machen. Bleibe in meinem Körper, solange du Lust hast, denn ich bin vollkommen zufrieden, für alle Zukunft in dem Deinigen zu verharren. Über diese Erklärung war ich sehr froh, und indem auch ich in all meinen Empfindungen, Gedanken und Erinnerungen mich völlig wie sonst fühlte, kam mir im Traum der Eindruck einer vollkommenen Unabhängigkeit unserer Seele und der Möglichkeit einer künftigen Existenz in einem anderen Leibe. Ihr Traum ist sehr artig, sagte Goethe, als ich ihm heute nach Tisch die Hauptzüge davon mitteilte. Man sieht, fuhr er fort, dass die Musen sie auch im Schlaf besuchen und zwar mit besonderer Gunst, denn sie werden gestehen, dass es ihnen im wachen Zustand schwer werden würde, etwas so Eigentümliches und Hübsches zu erfinden. Ich begreife kaum, wie ich dazu gekommen bin, erwiderte ich, denn ich fühlte mich alle die Tage her so niedergeschlagenen Geistes, dass die Anschauung eines so frischen Lebens mir sehr ferne stand. Es liegen in der menschlichen Natur wunderbare Kräfte, erwiderte Goethe, und eben, wenn wir es am wenigsten hoffen, hat sie etwas Gutes für uns in Bereitschaft. Ich habe in meinem Leben Zeiten gehabt, wo ich mit Tränen einschlief, aber in meinen Träumen kamen nun die lieblichsten Gestalten, mich zu trösten und zu beglücken, und ich stand am andern Morgen wieder frisch und froh auf den Füßen. Es geht uns alten Europäern übrigens mehr oder weniger allen herzlich schlecht, unsere Zustände sind viel zu künstlich und kompliziert, unsere Nahrung und Lebensweise ist ohne die rechte Natur, und unser geselliger Verkehr ohne eigentliche Liebe und Wohlwollen. Jedermann ist fein und höflich, aber niemand hat den Mut, gemütlich und wahr zu sein, so dass ein redlicher Mensch mit natürlicher Neigung und Gesinnung einen recht bösen Stand hat. Man sollte oft wünschen, auf einer der Südseeinseln als sogenannter Wilder geboren zu sein, um nur einmal das menschliche Dasein ohne falschen Beigeschmack durchaus rein zu genießen. Denkt man sich bei deprimierter Stimmung recht tief in das Elend unserer Zeit hinein, so kommt es einem oft vor, als wäre die Welt nach und nach zum jüngsten Tage reif. Und das Übel häuft sich von Generation zu Generation. Denn nicht genug, dass wir an den Sünden unserer Väter zu leiden haben, sondern wir überliefern auch diese geerbten Gebrechen mit unseren eigenen vermehrt unseren Nachkommen. Mir gehen oft ähnliche Gedanken durch den Kopf, versetzte ich. Allein, wenn ich sodann irgendein Regiment deutscher Dragone an mir vorbeireiten sehe und die Schönheit und Kraft der jungen Leute erwäge, so schöpfe ich wieder einigen Trost und ich sage mir, dass es denn doch um die Dauer der Menschheit noch nicht so gar schlecht stehe. Unser Landvolk, erwiderte Goethe, hat sich freilich fortwährend in guter Kraft erhalten und wird hoffentlich noch lange imstande sein, uns nicht allein tüchtige Reiter zu liefern, sondern uns auch vor gänzlichem Verfall und Verderben zu sichern. Es ist als ein Depot zu betrachten, aus dem sich die Kräfte der sinkenden Menschheit immer wieder ergänzen und anfrischen. Aber Gehen Sie einmal in unsere großen Städte und es wird Ihnen anders zumute werden. Halten Sie einmal einen Umgang an der Seite eines zweiten hinkenden Teufels oder eines Arztes von ausgedehnter Praxis, und er wird Ihnen Geschichten zuflüstern, dass Sie über das Elend erschrecken und über die Gebrechen erstaunen, von denen die menschliche Natur heimgesucht ist und an denen die Gesellschaft leidet. Doch wir wollen uns der hypochondrischen Gedanken entschlagen. Wie geht es Ihnen? Was machen Sie? Wie haben Sie sonst heute gelebt? Erzählen Sie mir und geben Sie mir gute Gedanken. Ich habe in Sterne gelesen, erwiderte ich, wo Jörg in den Straßen von Paris umherschlendert und die Bemerkung macht, dass der zehnte Mensch ein Zwerg sei. Ich dachte soeben daran, als Sie die Gebrechen der großen Städte erwähnten. Auch erinnere ich mich zur Zeit Napoleons unter der französischen Infanterie ein Bataillon gesehen zu haben, das aus lauter Parisern bestand, und welches alles so schmächtige kleine Leute waren, dass man nicht wohl begriff, was man im Kriege mit ihnen wolle ausrichten. Die Bergschotten des Herzogs von Wellington, versetzte Goethe, mögen freilich andere Helden gewesen sein. Ich habe sie ein Jahr vor der Waterloo-Schlacht in Brüssel gesehen, erwiderte ich. Das waren in der Tat schöne Leute, alle stark, frisch und behende, wie aus der ersten Hand Gottes. Sie trugen alle den Kopf so frei und froh und schritten mit ihren kräftigen, nackten Schenkeln so leicht einher, als gäbe es für sie keine Erbsünde und keine Gebrechen der Väter. Es ist ein eigenes Ding, erwiderte Goethe. Liegt es in der Abstammung? Liegt es im Boden? Liegt es in der freien Verfassung? Liegt es in der gesunden Erziehung? Genug, die Engländer überhaupt scheinen vor vielen anderen etwas voraus zu haben. Wir sehen hier in Weimar ja nur ein Minimum von ihnen und wahrscheinlich keineswegs die Besten. Aber was sind das alles für tüchtige, hübsche Leute? Und so jung? und siebzehnjährig sie hier auch ankommen, so fühlen sie sich doch in dieser deutschen Fremde keineswegs fremd und verlegen. Vielmehr ist ihr Auftreten und ihr Benehmen in der Gesellschaft so voller Zuversicht und so bequem, als wären sie überall die Herren und als gehöre die Welt überall ihnen. Das ist es denn auch, was unseren Weibern gefällt und wodurch sie in den Herzen Unsere jungen Dämchen so viele Verwüstungen anrichten. Als deutscher Hausvater, dem die Ruhe der Seinigen lieb ist, empfinde ich oft ein kleines Grauen, wenn meine Schwiegertochter mir die erwartete baldige Ankunft irgendeines neuen jungen Insulaners ankündigt. Ich sehe im Geiste immer schon die Tränen, die ihm dereinst bei seinem Abgange fließen werden. Es sind gefährliche junge Leute, aber freilich, dass sie gefährlich sind, das ist eben ihre Tugend. Ich möchte jedoch nicht behaupten, versetzte ich, dass unsere weimarischen jungen Engländer gescheuter, geistreicher, unterrichteter und von Herzen vortrefflicher wären als andere Leute auch. In solchen Dingen, mein Bester, erwiderte Goethe, liegt nichts, es liegt auch nicht in der Geburt und im Reichtum, sondern es liegt darin, dass sie eben die Courage haben, das zu sein, wozu die Natur sie gemacht hat. Es ist an ihnen nichts verbildet und verbogen, es sind an ihnen keine Halbheiten und Schiefheiten, sondern wie sie auch sind, es sind immer durchaus komplette Menschen. Auch komplette Narren mitunter, das gebe ich von Herzen zu. Allein es ist doch was und hat doch auf der Waage der Natur immer einiges Gewicht. Das Glück der persönlichen Freiheit, das Bewusstsein des englischen Namens und welche Bedeutung ihm bei anderen Nationen beiwohnt, kommt schon den Kindern zugute, so dass sie sowohl in der Familie als in den Unterrichtsanstalten mit weit größerer Achtung behandelt werden und einer weit glücklich freieren Entwicklung genießen als bei uns Deutschen. Ich brauche nur in unserem lieben Weimar zum Fenster hinauszusehen, um gewahrt zu werden, wie es bei uns steht. Als neulich der Schnee lag und meine Nachbarkinder ihre kleinen Schlitten auf der Straße probieren wollten, sogleich war ein Polizeidiener nahe und ich sah die armen Dingerchen fliehen, so schnell sie konnten. Jetzt, wo die Frühlingssonne sie aus den Häusern lockt und sie mit ihresgleichen vor ihren Türen gerne ein Spielchen machen, sehe ich sie imaginiert, als wären sie nicht sicher und als fürchteten sie das Herannahen irgendeines polizeilichen Machthabers. Es darf kein Bube mit der Peitsche knallen oder singen oder rufen, sogleich ist die Polizei da, es ihm zu verbieten. Es geht bei uns allen dahin, die liebe Jugend frühzeitig zahm zu machen und alle Natur, alle Originalität und alle Wildheit auszutreiben, so dass am Ende nichts übrig bleibt als der Philister. Sie wissen, es vergeht bei mir kaum ein Tag, wo ich nicht von durchreisenden Fremden besucht werde. Wenn ich aber sagen sollte, dass ich an den persönlichen Erscheinungen besonders junger deutscher Gelehrter aus einer gewissen nordöstlichen Richtung große Freude hätte, so müsste ich lügen. Kurzsichtig, blass mit eingefallener Brust, jung ohne Jugend, das ist das Bild der meisten, wie sie sich mir darstellen. Und wie ich mit ihnen mich in ein Gespräch einlasse, habe ich sogleich zu bemerken, dass ihnen dasjenige, woran unser einer Freude hat, nichtig und trivial erscheint, dass sie ganz in der Idee stecken und nur die höchsten Probleme der Spekulation sie zu interessieren geeignet sind. Von gesunden Sinnen und Freude am Sinnlichen ist bei ihnen keine Spur. Alles Jugendgefühl und alle Jugendlust ist bei ihnen ausgetrieben und zwar unwiederbringlich. Denn wenn einer in seinem zwanzigsten Jahr nicht jung ist, wie soll er es in seinem vierzigsten sein? Goethe seufzte und schwieg. Ich dachte an die glückliche Zeit des vorigen Jahrhunderts, in welche Goethes Jugend fiel. Es trat mir die Sommerluft von Sesenheim vor die Seele, und ich erinnerte ihn an die Verse, nach Mittage saßen wir junges Volk im Kühlen. Ach, sagte Goethe, das waren freilich schöne Zeiten. Doch wir wollen sie uns aus dem Sinn schlagen, damit uns die grauen Nebeltage der Gegenwart nicht ganz unerträglich werden. Es täte Not, sagte ich, dass ein zweiter Erlöser käme, um den Ernst, das Unbehagen und den ungeheuren Druck der jetzigen Zustände uns abzunehmen. Käme er, antwortete Goethe, man würde ihn zum zweiten Male kreuzigen. Doch wir brauchen keineswegs ein so großes. Könnte man nur den Deutschen nach dem Vorbilde der Engländer weniger Philosophie und mehr Tatkraft, weniger Theorie und mehr Praxis beibringen, so würde uns schon ein gutes Stück Erlösung zuteil werden, ohne dass wir auf das Erscheinen der persönlichen Hoheit eines zweiten Christus zu warten brauchten. Sehr viel könnte geschehen von unten, vom Volke, durch Schulen und häusliche Erziehung, sehr viel von oben durch die Herrscher und ihre Nächsten. So zum Beispiel kann ich nicht billigen, dass man von den studierenden, künftigen Staatsdienern gar zu viele theoretisch gelehrte Kenntnisse verlangt, wodurch die jungen Leute vor der Zeit geistig wie körperlich ruiniert werden. Treten Sie nun hierauf in den praktischen Dienst, so besitzen Sie zwar einen ungeheuren Vorrat an philosophischen und gelehrten Dingen, allein er kann in dem beschränkten Kreise Ihres Berufs gar nicht zur Anwendung kommen und muß daher als unnütz wieder vergessen werden. Dagegen aber, was Sie am meisten bedurften, haben Sie eingebüßt. Es fehlt ihnen die nötige geistige wie körperliche Energie, die bei einem tüchtigen Auftreten im praktischen Verkehr ganz unerlässlich ist. Und dann bedarf es denn im Leben eines Staatsdieners in Behandlung der Menschen nicht auch der Liebe und des Wohlwollens? Und wie soll einer gegen andere Wohlwollen empfinden und ausüben, wenn es ihm selber nicht wohl ist? Es ist aber den Leuten allen herzlich schlecht. Der dritte Teil der an den Schreibtisch gefesselten Gelehrten und Staatsdiener ist körperlich anbrüchig und dem Dämon der Hypochondrie verfallen. Hier täte es Not, von oben her einzuwirken, um wenigstens künftige Generationen vor ähnlichem Verderben zu schützen. Wir wollen indes, fügte Goethe lächelnd hinzu, hoffen und erwarten, wie es etwa in einem Jahrhundert mit uns Deutschen aussieht, und ob wir es so dann dahin werden gebracht haben nicht mehr abstrakte gelehrte und philosophen sondern menschen zu sein freitag den 16. mai 1828 mit goethe spazieren gefahren er amüsierte sich an der erinnerung seiner Streitigkeiten mit Kotzebue, Böttiger und Konsorten und rezitierte einige sehr lustige Epigramme gegen den Ersteren, die übrigens mehr spaßhaft als verletzend waren. Ich fragte ihn, warum er sie nicht in seine Werke aufgenommen. Ich habe eine ganze Sammlung solcher Gedichtchen, erwiderte Goethe, die ich geheim halte und nur gelegentlich den Vertrautesten meiner Freunde zeige. Es war dies die einzige unschuldige waffe die mir gegen die angriffe meiner feinde zu gebote stand ich machte mir dadurch im stillen luft und befreite und reinigte mich dadurch von dem fatalen gefühl des misswollens das ich sonst gegen die öffentlichen und oft boshaften hegeleien meiner gegner hätte empfinden und nähren müssen durch jenige dichtchen habe ich mir also persönlich einen wesentlichen dienst geleistet aber ich will nicht das Publikum mit meinen Privathändeln beschäftigen oder noch lebende Personen dadurch verletzen. In späterer Zeit jedoch wird sich davon dies oder jenes ganz ohne Bedenken mitteilen lassen. Freitag, den 6. Juni 1828. Der König von Bayern sandte vor einiger Zeit seinen Hofmaler Stieler nach Weimar, um das Porträt Goethes zu machen. Als eine Art Empfehlungsbrief und als Zeugnis seiner Geschicklichkeit brachte Stieler das vollendete lebensgroße Bildnis eines sehr schönen jungen Frauenzimmers mit, nämlich das der Münchner Schauspielerin Fräulein von Hagen. Goethe gewährte darauf Fernstieler alle gewünschten Sitzungen und sein Bild war nun vor einigen Tagen fertig. Diesen Mittag war ich bei ihm zu Tisch und zwar allein. Beim Dessert stand er auf und führte mich in das den Speisesaal angrenzende Kabinett und zeigte mir die jüngst vollendete Arbeit Stielers. Darauf, sehr geheimnisvoll, führte er mich weiter in das sogenannte Majolikazimmer, wo sich das Bild der schönen Schauspielerin befand. Nicht wahr, sagte er, nachdem wir es eine Weile betrachtet, das ist der Mühe wert. Stieler war gar nicht dumm. Er brauchte diesen schönen Bissen bei mir als Lockspeise, und indem er mich durch solche Künste zum Sitzen brachte, schmeichelte er meiner Hoffnung, dass auch jetzt unter seinem Pinsel ein Engel entstehen würde, indem er den Kopf eines Alten malte. Freitag, den 26. September 1828. Goethe zeigte mir heute seine reiche Fossiliensammlung, die sich in dem freistehenden Pavillon an seinem Hausgarten befindet. Die Sammlung ist durch ihn selber angelegt, durch seinen Sohn stark vermehrt und besonders merkwürdig durch eine zahlreiche Folge versteinerter Knochen, die alle in der Umgebung von Weimar gefunden wurden. Montag, den 6. Oktober 1828. Bei Goethe zu Tisch mit Herrn von Martius, der seit einigen Tagen hier ist und sich mit Goethe über botanische Gegenstände bespricht. Besonders ist es die Spiraltendenz der Pflanzen, worin Herr von Martius wichtige Entdeckungen gemacht, die er Goethen mitteilt, dem sich dadurch ein neues Feld eröffnet. Goethe schien die Idee seines Freundes mit einer Art jugendlicher Leidenschaftlichkeit aufzunehmen für die physiologie der pflanzen sagte er ist damit sehr viel gewonnen das neue Aperçu der spiralen tendenz ist meiner metamorphosenlehre durchaus gemäß es ist auf demselbigen wege gefunden aber es ist damit ein ungeheurer schritt vorwärts getan freitag den 17. oktober 1828 goethe liest seit einiger zeit sehr eifrig den glob und macht dieses Blatt sehr oft zum Gegenstand seines Gesprächs. Die Bemühungen Cousins und seiner Schule erscheinen ihm besonders wichtig. Diese Männer, sagt er, sind ganz auf dem Wege, eine Annäherung zwischen Frankreich und Deutschland zu bewirken, indem sie eine Sprache bilden, die durchaus geeignet ist, den Ideenverkehr zwischen beiden Nationen zu erleichtern. Auch hat der Glob für Goethe dadurch noch ein besonderes Interesse, dass die neuesten Produkte der schönen Literatur Frankreichs darin besprochen und die Freiheiten der romantischen Schule oder vielmehr der Befreiung von den Fesseln nichtssagender Regeln darin oft sehr lebhaft verteidigt werden. Was will der ganze Plunder gewisser Regeln einer steifen, veralteten Zeit, sagte er heute. Und was will der Lärm über klassisch und romantisch? Es kommt darauf an, dass ein Werk durch und durch gut und tüchtig sei, und es wird auch wohl klassisch sein. Donnerstag, den 23. Oktober 1828. Goethe sprach heute mit großer Anerkennung über eine kleine Schrift des Kanzlers, die den Großherzog Karl August zum Gegenstand hat und das tatenreiche Leben dieses seltenen Fürsten in gedrängter Kürze vorüberführt. Die kleine Schrift ist wirklich sehr gelungen, sagte Goethe. Das Material mit großer Umsicht und großem Fleiß zusammengebracht, sodann alles vom Hauch der innigsten Liebe beseelt und zugleich die Darstellung so knapp und kurz, dass Tat auf Tat sich drängt und bei dem Anblick einer solchen Fülle von Leben und Tun es uns zumute wird, als würden wir von einem geistigen Schwindel ergriffen. Der Kanzler hat seine Schrift auch nach Berlin geschickt und darauf vor einiger Zeit einen höchsten merkwürdigen Brief von Alexander von Humboldt erhalten, den ich nicht ohne tiefe Rührung habe lesen können. Humboldt war dem Großherzog während eines langen Lebens auf das Innigste befreundet, welches freilich nicht zu verwundern, indem die reich angelegte tiefe Natur des Fürsten immer nach neuem Wissen bedürftig und gerade Humboldt der Mann war, der bei seiner großen Universalität auf jede Frage die beste und gründlichste Antwort immer bereit hatte. Nun fügte es sich in der Tat wunderbar, dass der Großherzog gerade die letzten Tage vor seinem Tode in Berlin in fast beständiger Gesellschaft mit Humboldt verleben und dass er über manches wichtige Problem, was ihm am Herzen lag, noch zuletzt von seinem Freunde Aufschluss erhalten konnte. Und wiederum war es nicht ohne höhere geistige Einwirkung, dass einer der größten Fürsten, die Deutschland je besessen, einen Mann wie Humboldt zum Zeugen seiner letzten Tagen und Stunden hatte. Ich habe mir von dem Brief eine Abschrift nehmen lassen und will Ihnen doch einiges daraus mitteilen. Goethe stand auf und ging zu seinem Pult, wo er den Brief nahm und sich wieder zu mir an den Tisch setzte. Er las eine Weile im Stillen. Ich sah Tränen in seinen Augen. Lesen Sie es für sich, sagte er indem er mir den Brief zureichte. Er stand auf und ging im Zimmer auf und ab, während ich las. Wer konnte mehr durch das schnelle Hinscheiden des Verewigten erschüttert werden, schreibt Humboldt, als ich, den er seit dreißig Jahren mit so wohlwollender Auszeichnung, ich darf sagen mit so aufrichtiger Vorliebe behandelt hatte. Auch hier wollte er mich fast zu jeder Stunde um sich haben, und als sei eine solche Lucidität wie bei den erhabenen schneebedeckten Alpen der Vorbote des scheidenden Lichtes, nie habe ich den großen menschlichen Fürsten lebendiger, geistreicher, milder und an aller ferneren Entwicklung des Volkslebens teilnehmender gesehen, als in den letzten Tagen, die wir ihn hier besaßen. Ich sagte mehrmals zu meinen Freunden ahnungsvoll und geängstigt, dass diese Lebendigkeit, diese geheimnisvolle Klarheit des Geistes bei so viel körperlicher Schwäche mir ein schreckhaftes Phänomen sei. Er selbst oszillierte sichtbar zwischen Hoffnung der Genesung und Erwartung der großen Katastrophe. Als ich ihn vierundzwanzig Stunden vor dieser zuletzt sah, beim Frühstück, er krank und ohne Neigung etwas zu genießen, fragte er noch lebendig nach den von Schweden herübergekommenen Granitgeschieben baltischer Länder, nach Kometschweifen, welche sich unserer Atmosphäre trübend einmischen könnten, nach der Ursache der großen Winterkälte an allen östlichen Küsten. Als ich ihn zuletzt sah, drückte er mir zum Abschied die Hand, mit den heiteren Worten Sie glauben, Humboldt Töplitz und alle warmen Quellen seien wie Wasser, die man künstlich erwärmt. Das ist nicht Küchenfeuer, darüber streiten wir in Töplitz, wenn Sie mit dem König kommen. Sie sollen sehen, Ihr altes Küchenfeuer wird mich doch noch einmal wieder zusammenhalten. Sonderbar, denn alles wird bedeutend bei so einem Manne. In Potsdam saß ich mehrere Stunden allein mit ihm auf dem Kanapee, er trank und schlief abwechselnd, trank wieder, stand auf, um an seine Gemahlin zu schreiben, dann schlief er wieder. Er war heiter, aber sehr erschöpft. In den Intervallen bedrängte er mich mit den schwierigsten Fragen über Physik, Astronomie, Meteorologie und Geognosie, über Durchsichtigkeit eines Kometenkerns über Mondatmosphäre über die farbigen Doppelsterne über Einfluss der Sonnenflecke auf Temperatur erscheinende organischen Formen in der Urwelt innere Erdwärme Er schlief mitten in seiner und meiner Rede ein wurde oft unruhig und sagte dann über seine scheinbare Unaufmerksamkeit milde und freundlich um Verzeihung bittend Sie sehen, Humboldt, es ist aus mit mir. Auf einmal ging er desultorisch in religiöse Gespräche über, er klagte über den einreißenden Pietismus und den Zusammenhang dieser Schwärmerei mit politischen Tendenzen nach Absolutismus und Niederschlagen aller freieren Geistesregung. Dazu sind es unwahre Burschen, rief er aus, die sich dadurch den Fürsten angenehm zu machen glauben, um Stellen und Bänder zu erhalten. Mit der poetischen Vorliebe zum Mittelalter haben sie sich eingeschlichen. Bald legte sich sein Zorn, und nun sagte er, wie er jetzt viel Tröstliches in der christlichen Religion finde. »Das ist eine menschenfreundliche Lehre«, sagte er, »aber von Anfang an hat man sie verunstaltet. Die ersten Christen waren die Freigesinnten unter den Ultras.« Ich gab Goethen über diesen herrlichen Brief meine innige Freude zu erkennen. »Sie sehen«, sagte Goethe, »was für ein bedeutender Mensch er war.« aber wie gut ist es von Humboldt, dass er diese wenigen letzten Züge aufgefasst, die wirklich als Symbol gelten können, worin die ganze Natur des vorzüglichen Fürsten sich spiegelt. Ja, so war es. Ich kann es am besten sagen, denn es kannte ihn im Grunde niemand so durch und durch wie ich selber. Ist es aber nicht ein Jammer, dass kein Unterschied ist, und dass auch ein solcher Mensch so früh dahin muss. Nur ein lumpiges Jahrhundert länger und wie würde er an so hoher Stelle seine Zeit vorwärts gebracht haben. Aber wissen Sie was? Die Welt soll nicht so rasch zum Ziele, als wir denken und wünschen. Immer sind die retardierenden Dämonen da, die überall dazwischen und überall entgegentreten, so dass es zwar im Ganzen vorwärts geht, aber sehr langsam. Leben Sie nur fort, und Sie werden schon finden, dass ich recht habe. Die Entwicklung der Menschheit, sagte ich, scheint auf Jahrtausende angelegt. Wer weiß? Erwiderte Goethe, vielleicht auf Millionen. Aber lasst die Menschheit dauern, so lange sie will. Es wird ihr nie an Hindernissen fehlen, die ihr zu schaffen machen, und nie an allerlei Not, damit sie ihre Kräfte entwickelt. Klüger und einsichtiger wird sie werden, aber besser, glücklicher und tatkräftiger nicht, oder doch nur auf Epochen. Ich sehe die Zeit kommen, wo Gott keine Freude mehr an ihr hat, und er abermals alles zusammenschlagen muss zu einer verjüngten Schöpfung. Ich bin gewiss, es ist alles danach angelegt, und es steht in der fernen Zukunft schon Zeit und Stunde fest, wann diese Verjüngungsepoche eintritt. Aber bis dahin, hat es sicher noch eine gute Weile. Und wir können noch Jahrtausende und Aberjahrtausende, auch auf dieser lieben alten Fläche, wie sie ist, allerlei Spaß haben. Goethe war in besonders guter, erhöhter Stimmung. Er ließ eine Flasche Wein kommen, wovon er sich und mir einschenkte. Unser Gespräch ging wieder auf den Großherzog Karl August zurück. Sie sehen, sagte Goethe, wie sein außerordentlicher Geist das ganze Reich der Natur umfasste. Physik, Astronomie, Geognosie, Metrologie, Pflanzen und Tierformen der Urwelt und was sonst dazugehört. Er hatte für alles Sinn und für alles Interesse. Er war achtzehn Jahre alt, als ich nach Weimar kam, aber schon damals zeigten seine Keime und Knospen, was einst der Baum sein würde. Er schloss sich bald auf das innigste an mich und nahm an allem, was ich trieb, gründlichen Anteil. Dass ich fast zehn Jahre älter war als er, kam unserem Verhältnis zugute. Er saß ganze Abende bei mir in tiefen Gesprächen über Gegenstände der Kunst und Natur und was sonst allerlei Gutes vorkam. Wir saßen oft tief in die Nacht hinein und es war nicht selten, dass wir nebeneinander auf meinem Sofa einschliefen. Fünfzig Jahre lang haben wir es miteinander fortgetrieben, und es wäre kein Wunder, wenn wir es endlich zu etwas gebracht hätten. Eine so gründliche Bildung, sagte ich, wie sie der Großherzog gehabt zu haben scheint, mag bei fürstlichen Personen selten vorkommen. Sehr selten, erwiderte Goethe. Es gibt zwar viele, die fähig sind, über alles sehr geschickt mitzureden, aber sie haben es nicht im Innern und krabbeln nur an den Oberflächen. Und es ist kein Wunder, wenn man die entsetzlichen Zerstreuungen und Zerstückelungen bedenkt, die das Hofleben mit sich führt und denen ein junger Fürst ausgesetzt ist. Von allem soll er Notiz nehmen. Er soll ein bisschen das kennen und ein bisschen das und dann ein bisschen das und wieder ein bisschen das. Dabei kann sich aber nichts setzen und nichts Wurzeln schlagen. Und es gehört der Fond einer gewaltigen Natur dazu, um bei solchen Anforderungen nicht in Rauch aufzugehen. Der Großherzog war freilich ein geborener großer Mensch, womit alles gesagt und alles getan ist. Bei allen seinen höheren wissenschaftlichen und geistigen Richtungen, sagte ich, scheint er doch auch das Regieren verstanden zu haben. Er war ein Mensch aus dem Ganzen, erwiderte Goethe, und es kam bei ihm alles aus einer einzigen großen Quelle. Und wie das Ganze gut war, so war das Einzelne gut. Er mochte tun und treiben, was er wollte. Übrigens kam in ihm zur Führung des Regiments besonders drei Dinge zustatten er hatte die Gabe, Geister und Charaktere zu unterscheiden und jeden an seinen Platz zu stellen. Das war sehr viel. Dann hatte er noch etwas, was ebenso viel war, wo nicht noch mehr. Er war beseelt von dem edelsten Wohlwollen, von der reinsten Menschenliebe und wollte mit ganzer Seele nur das Beste. Er dachte immer zuerst an das Glück des Landes und ganz zuletzt erst ein wenig an sich selber. Edlen Menschen entgegenzukommen, gute Zwecke befördern zu helfen, war seine Hand immer bereit und offen. Es war in ihm viel Göttliches, er hätte die ganze Menschheit beglücken mögen. Liebe aber erzeugt Liebe. Wer aber geliebt ist, hat leicht Regieren. Und drittens, er war größer als seine Umgebung. Neben zehn Stimmen, die ihm über einen gewissen Fall zu Ohren kamen, vernahm er die elfte, bessere, in sich selber. Fremde Zuflüsterungen glitten an ihm ab, und er kam nicht leicht in den Fall, etwas Unfürstliches zu begehen, indem er das zweideutig gemachte Verdienst zurücksetzte und empfohlene Lumpe in Schutz nahm. Er sah überall selber, urteilte selber und hatte in allen Fällen in sich selber die sicherste Basis. Dabei war er schweigsamer Natur, und seinen Worten folgte die Handlung. Wie leid tut es mir, sagte ich, daß ich nicht viel mehr von ihm gekannt habe als sein Äußeres. Doch das hat sich mir tief eingeprägt. Ich sehe ihn noch immer auf seiner alten Droschke im abgetragenen grauen Mantel und Militärmütze und eine Zigarre rauchend, wie er auf die Jagd fuhr. Seine Lieblingshunde nebenher. Ich habe ihn nie anders fahren sehen als auf dieser unansehnlichen alten Droschke. Auch nie anders als zweispännig. Ein Gepränge mit sechs Pferden und Röcke mit Ordensternen, scheint nicht sehr nach seinem Geschmack gewesen zu sein. Das ist, erwiderte Goethe, jetzt bei Fürsten überhaupt kaum mehr an der Zeit. Es kommt jetzt darauf an, was einer auf der Waage der Menschheit wiegt. Alles übrige ist eitel. Ein Rock mit dem Stern und ein Wagen mit sechs Pferden imponiert nur noch allenfalls der rohsten Masse und kaum dieser übrigens, hing die alte Droschke des Großherzogs kaum in Federn, wer mit ihm fuhr hatte verzweifelte Stöße auszuhalten. Aber das war ihm eben recht, er liebte das Derbe und Unbequeme und war ein Feind aller Verweichlichung. Spuren davon, sagte ich, sieht man schon in ihrem Gedicht Ilmenau, wo sie ihn nach dem Leben gezeichnet zu haben scheinen. Er war damals sehr jung, erwiderte Goethe, doch ging es mit uns freilich etwas toll her. Er war wie ein edler Wein, aber noch in gewaltiger Gärung. Er wusste mit seinen Kräften nicht wo hinaus, und wir waren oft sehr nahe am Halsbrechen. Auf Parforce-Pferden, über Hecken, Gräben, durch Flüsse und bergauf, berg ein, sich tagelang abarbeiten und dann nachts unter freiem Himmel kampieren, etwa bei einem Feuer im Wald, das war nach seinem Sinn. Ein Herzogtum geerbt zu haben, war ihm nichts, aber hätte er sich eins erringen, erjagen und erstürmen können, das wäre ihm etwas gewesen. Das Ilmenauer Gedicht, fuhr Goethe fort, enthält als Episode eine Epoche, die im Jahr 1733, als ich es schrieb, bereits mehrere Jahre hinter uns lag, so dass ich mich selber darin als eine historische Figur zeichnen und mit meinem eigenen Ich früherer Jahre eine Unterhaltung führen konnte. Es ist daran, wie Sie wissen, eine nächtliche Szene vorgeführt, etwa nach einer solchen halsbrechenden Jagd im Gebirge. Wir hatten uns am Fuß eines Felsens kleine Hütten gebaut und mit Tannenreisern gedeckt, um darin auf trockenem Boden zu übernachten. Vor den Hütten brannten mehrere Feuer, und wir kochten und brieten, was die Jagd gegeben hatte. Knebel, dem schon damals die Tabakspfeife nicht kalt wurde, saß dem Feuer zunächst und ergötzte die Gesellschaft mit allerlei trockenen Späßen, während die Weinflasche von Hand zu Hand ging. Seckendorf, der Schlanke mit den langen, feinen Gliedern, hatte sich behaglich am Stamm eines Baumes hingestreckt und summte allerlei Poetisches. Abseits in einer ähnlichen kleinen Hütte lag der Herzog im tiefen Schlaf. Ich selber saß davor bei glimmenden Kohlen in allerlei schweren Gedanken, auch in Anwandlungen von Bedauern über mancherlei Unheil, das meine Schriften angerichtet. Knebel und Seckendorf erscheinen mir noch jetzt gar nicht schlecht gezeichnet, und auch der junge Fürst nicht, in diesem düstern Ungestüm seines zwanzigsten Jahres. Der Vorwitz lockt ihn in die Weite, Kein Fels ist ihm zu schroff, kein Steg zu schmal, Der Unfall lauert an der Seite, Und stürzt ihn in den Arm der Qual. Dann treibt die schmerzlich überspannte Regung Gewaltsam ihn bald da, bald dort hinaus, Und von unmutiger Bewegung Ruht er unmutig wieder aus, Und düster, wild an heitern Tagen, Unbändig ohne froh zu sein, Schläft er an Seel und Leib verwundet und zerschlagen Auf einem harten Lager ein. So war er ganz und gar, es ist darin nicht der kleinste Zug übertrieben. Doch aus dieser Sturm- und Drangperiode hatte sich der Herzog bald zu wohltätiger Klarheit durchgearbeitet, so dass ich ihn zu seinem Geburtstag im Jahr 1783 an diese Gestalt seiner früheren Jahre sehr wohl erinnern mochte. Ich leugne nicht, er hat mir anfänglich manche Not und Sorge gemacht, doch seine tüchtige Natur reinigte sich bald und bildete sich bald zum Besten, so dass es eine Freude wurde, mit ihm zu leben und zu wirken. Sie machten, bemerkte ich, in dieser ersten Zeit mit ihm eine einsame Reise durch die Schweiz. Er liebte überhaupt das Reisen, erwiderte Goethe. Doch war es nicht sowohl, um sich zu amüsieren und zu zerstreuen, als um überall die Augen und Ohren offen zu haben und auf allerlei Gutes und Nützliches zu achten, das er in seinem Lande einführen könnte. Ackerbau, Viehzucht und Industrie sind ihm auf diese Weise unendlich viel schuldig geworden. Überhaupt waren seine Tendenzen nicht persönlich egoistisch, sondern rein produktiver Art, und zwar produktiv für das allgemeine Beste. Dadurch hat er sich dennoch einen Namen gemacht, der über dieses kleine Land weit hinausgeht. Sein sorgloses, einfaches Äußere, sagte ich, schien anzudeuten, dass er den Ruhm nicht suche, und daß er sich wenig aus ihm mache, es schien, als sei er berühmt geworden, ohne sein weiteres Zutun, bloß wegen seiner stillen Tüchtigkeit. Es ist damit ein eigenes Ding, erwiderte Goethe. Ein Holz brennt, weil es Stoff dazu in sich hat. Und ein Mensch wird berühmt, weil der Stoff dazu in ihm vorhanden. Suchen lässt sich der Ruhm nicht, und alles Jagen danach ist eitel es kann sich wohl jemand durch kluges Benehmen und allerlei künstliche Mittel eine Art von Namen machen, fehlt aber dabei das innere Juwel, so ist es eitel und hält nicht auf den andern Tag. Ebenso ist es mit der Gunst des Volkes. Er suchte sie nicht und tat den Leuten keineswegs schön, aber das Volk liebte ihn, weil es fühlte, dass er ein Herz für sie habe. Goethe erwähnte sodann die übrigen Glieder des Großherzoglichen Hauses und wie durch alle der Zug eines edlen Charakters gehe. Er sprach über die Herzensgüte des jetzigen Regenten, über die großen Hoffnungen, zu denen der junge Prinz berechtige, und verbreitete sich mit sichtbarer Liebe über die seltenen Eigenschaften der jetzt regierenden lieben Fürstin, welche im edelsten Sinne große Mittel verwende, um überall Leiden zu lindern und gute Keime zu wecken. Sie ist von jeher für das Land ein guter Engel gewesen, sagte er, und wird es mehr und mehr, je länger sie ihm verbunden ist. Ich kenne die Großherzogin seit dem Jahr 1805 und habe Gelegenheit in Menge gehabt, ihren Geist und Charakter zu bewundern. Sie ist eine der besten und bedeutendsten Frauen unserer Zeit, und würde es sein, wenn sie auch keine Fürstin wäre. Und das ist's eben, worauf es ankommt, dass wenn auch der Purpur abgelegt werden, noch sehr viel Großes ja eigentlich noch das Beste übrig bleibe. Wir sprachen sodann über die Einheit Deutschlands und in welchem Sinne sie möglich und wünschenswert. Mir ist nicht bange, sagte Goethe, dass Deutschland nicht eins werde. Unsere guten Chausseen und künftigen Eisenbahnen werden schon das ihrige tun. Vor allem aber sei es eins in Liebe untereinander und immer sei es eins gegen den auswärtigen Feind. Es sei eins, dass der deutsche Taler und Groschen im ganzen Reich gleichen Wert habe. Eins, dass mein Reisekoffer durch alle 36 Staaten ungeöffnet passieren könne. Es sei eins, dass der städtische Reisepass eines weimarischen Bürgers von dem Grenzbeamten eines großen Nachbarstaates nicht für unzulänglich gehalten werde, als der Pass eines Ausländers. Es sei von Inland und Ausland unter deutschen Staaten überhaupt keine Rede mehr. Deutschland sei ferner eins in Maß und Gewicht, in Handel und Wandel und hundert ähnlichen Dingen, die ich nicht alle nennen kann und mag. Wenn man aber denkt, die Einheit Deutschlands bestehe darin, dass das sehr große Reich eine einzige große Residenz habe, und dass diese eine große Residenz wie zum Wohl der Entwicklung einzelner großer Talente so auch zum Wohl der großen Masse des Volkes gereiche, so ist man im Irrtum. Man hat einen Staat wohl einem lebendigen Körper mit vielen Gliedern verglichen, und so ließe sich wohl die Residenz eines Staates dem Herzen vergleichen, von welchem aus Leben und Wohlsein in die einzelnen nahen und fernen Glieder strömt. Sind aber die Glieder sehr fern vom Herzen, so wird das zuströmende Leben schwach und immer schwächer empfunden werden. Ein geistreicher Franzose, ich glaube Dupin, hat eine Karte über den Kulturzustand Frankreichs entworfen. Und die größere oder geringere Aufklärung der verschiedenen Departements mit helleren oder dunkleren Farben zur Anschauung gebracht. Da finden sich nun besonders in südlichen, weit von der Residenz entlegenen Provinzen einzelne Departements, die in ganz schwarzer Farbe daliegen, als Zeichen einer dort herrschenden großen Finsternis. Würde das aber wohl sein, wenn das schöne Frankreich statt des einen großen Mittelpunktes zehn Mittelpunkte hätte? von denen Licht und Leben ausginge. Wodurch ist Deutschland groß als durch eine bewundernswürdige Volkskultur, die alle Teile des Reichs gleichmäßig durchdrungen hat? Sind es aber nicht die einzelnen Fürstensitze, von denen sie ausgeht und welche ihre Träger und Pfleger sind? Gesetzt, wir hätten in Deutschland seit Jahrhunderten nur die beiden Residenzstädte Wien und Berlin oder gar nur eine, da möchte ich doch sehen, wie es um die deutsche Kultur stände, ja auch um einen überall verbreiteten Wohlstand, der mit der Kultur Hand in Hand geht. Deutschland hat über 20 im ganzen Reich verteilte Universitäten und über 100 ebenso verbreitete öffentliche Bibliotheken an Kunstsammlungen und Sammlungen von Gegenständen aller Naturreiche gleichfalls eine große Zahl. Denn jeder Fürst hat dafür gesorgt, Dergleichen Schönes und Gutes in seine Nähe heranzuziehen. Gymnasien und Schulen für Technik und Industrie sind im Überfluss da. Ja, es ist kaum ein deutsches Dorf, das nicht seine Schule hätte. Wie steht es aber um diesen letzten Punkt in Frankreich? Und wiederum die Menge deutscher Theater, deren Zahl über 70 hinausgeht und die doch auch als Träger und Beförderer höherer Volksbildung keineswegs zu verachten. Der Sinn für Musik und Gesang und ihre Ausübung ist in keinem Land verbreitet wie in Deutschland. Und das ist auch etwas. Nun denken Sie aber an Städte wie Dresden, München, Stuttgart, Kassel, Braunschweig, Hannover und ähnliche. Denken Sie an die großen Lebenselemente, die diese Städte in sich selber tragen. Denken Sie an die Wirkungen, die von ihnen auf die benachbarten Provinzen ausgehen. Und fragen Sie sich, ob das alles sein würde, wenn Sie nicht seit langen Zeiten die Sitze von Fürsten gewesen? Frankfurt, Bremen, Hamburg, Lübeck sind groß und glänzend, ihre Wirkungen auf den Wohlstand von Deutschland gar nicht zu berechnen. Würden Sie aber wohl bleiben, was Sie sind, wenn Sie Ihre eigene Souveränität verlieren und irgendeinem großen deutschen Reich als Provinzialstädte einverleibt werden sollten? Ich habe Ursache daran zu zweifeln. Mittwoch, den 3. Dezember 1828 Heute hatte ich mit Goethen einen anmutigen Spaß ganz besonderer Art. Madame Duval zu Cartigny, im Kanton Genf, nämlich, die sehr geschickt in Zubereitung von Konfitüren ist, hatte mir als Produkte ihrer Kunst einige Zitraten für die Frau Großfürstin und Goethe geschickt, völlig überzeugt, dass ihre Konfitüren alle anderen so weit übertreffen, als die Gedichte Goethes diejenigen der meisten seiner deutschen Mitbewerber. Die älteste Tochter jener Dame hatte nun schon längst eine Handschrift Goethes gewünscht, worauf es mir einfiel, daß es klug sein würde, durch die süße Lockspeise der Zedraten Goethe zu einem Gedicht für meine junge Freundin anzukörnen. Mit der Miene eines mit einem wichtigen Geschäft beauftragten Diplomaten ging ich daher zu ihm und unterhandelte mit ihm als Macht gegen Macht, indem ich für die offerierten Zitraten ein Originalgedicht seiner Hand zur Bedingung machte. Goethe lachte über diesen Scherz, den er sehr wohl aufnahm und sich sogleich die Zitraten erbat, die er ganz vortrefflich fand. Wenige Stunden darauf war ich sehr überrascht, folgende Verse als ein Weihnachtsgeschenk für meine junge Freundin ankommen zu sehen. Glücklich Land, wo allwo zetraten zur Vollkommenheit geraten und zu reizendem Genießen kluge Frauen sie durchsüßen und so weiter. Als ich ihn wieder sah, scherzte er über den Vorteil, den er jetzt aus seinem poetischen Metier zu ziehen imstande war, während er in seiner Jugend zu seinem Götz keinen Verleger habe finden können. Ihren Handelsvertrag, sagte er, nehme ich an, wenn meine Zedraten verschmaust sein werden, vergessen Sie ja nicht andere zu kommandieren. Ich werde pünktlich mit meinen poetischen Wechseln zahlen. Sonntag, den 21. Dezember 1828. Ich hatte in voriger Nacht einen wunderlichen Traum, den ich diesen Abend Goethe erzählte und den er sehr artig fand. Ich sah mich nämlich in einer fremden Stadt, in einer breiten Straße gegen Südost, wo ich mit einer Menge Menschen stand und den Himmel betrachtete, der wie mit leisen Dünsten bedeckt schien und im hellsten Gelb leuchtete. Jedermann war erwartungsvoll, was sich ereignen würde, als sich zwei feurige Punkte bildeten, die gleich Meteorsteinen mit Krachen vor uns niederfuhren, nicht weit von der Stelle, wo wir standen. Man eilte hin, um zu sehen, was herabgekommen war, und siehe, es trat mir entgegen: Faust und Mephistopheles. Ich war erfreut, verwundert und gesellte mich zu ihnen als zu Bekannten und ging neben ihnen her in heiterer Unterhaltung, indem wir um die nächste Straßenecke bogen. Was wir sprachen, ist mir nicht geblieben, doch der Eindruck ihres körperlichen Wesens war so eigener Art, dass er mir vollkommen deutlich und nicht leicht zu vergessen ist. Beide waren jünger, als man sie gewöhnlich zu denken pflegt, und zwar mochte Mephistopheles 21 Jahre sein, wenn Faust 27 haben konnte. Estra erschien durchaus vornehm, heiter und frei, er schritt so leicht einher, wie man sich etwa den Merkur denkt, sein Gesicht war schön, ohne bösen Zug, und man hätte nicht erkennen mögen, dass es der Teufel sei, wenn nicht von seiner jugendlichen Stirn zwei zierliche Hörner sich erhoben und seitwärts gebogen hätten, so wie wohl ein schöner Haarwug sich erhebt und zu beiden Seiten umbiegt. Als Faust im Gehen sein Gesicht redend mir zuwandte, war ich erstaunt über den eigenartigen Ausdruck. Die edelste Sittlichkeit und Herzensgüte sprach aus jedem Zug als das Vorwaltende, Ursprüngliche seiner Natur. Man sah ihm an, als wären alle menschlichen Freuden, Leiden und Gedanken trotz seiner Jugend bereits durch seine Seele gegangen, so durchgearbeitet war sein Gesicht. Er war ein wenig blass und so anziehend, dass man sich nicht satt an ihm sehen konnte, ich suchte mir seine Züge einzuprägen, um sie zu zeichnen. Faust ging rechts, Mephistopheles zwischen uns beiden, und es ist mir der Eindruck geblieben, wie Faust sein schönes, eigenartiges Gesicht herumwandte, um mit Mephistopheles oder mit mir zu reden. Wir gingen durch die Straßen, und die Menge verlief sich, ohne weiter auf uns zu achten. 1830 bis 1832 Montag, den 18. Januar 1830. Goethe sprach über Lavater und sagte mir viel Gutes von seinem Charakter. Auch Züge von ihrer früheren intimen Freundschaft erzählte mir Goethe und wie sie zu jener Zeit oft brüderlich zusammen in ein und demselbigen Bette geschlafen. Es ist zu bedauern, fügte er hinzu, dass ein schwacher Mystizismus dem Aufflug seines Genies so bald Grenzen setzte. Freitag den 22. Januar 1830. Wir sprachen über die Geschichte Napoleons von Walter Scott. Es ist wahr, sagte Goethe, man kann dem Verfasser dabei große Ungenauigkeiten und eine ebenso große Parteilichkeit vorwerfen. Allein gerade diese beiden Mängel geben seinem Werk in meinen Augen einen ganz besonderen Wert. Der Erfolg des Buches war in England über alle Begriffe groß. Und man sieht also, dass Walter Scott eben in seinem Hass gegen Napoleon und die Franzosen, der wahre Dolmetscher und Repräsentant der englischen Volksmeinung und des englischen Nationalgefühls gewesen ist. Sein Buch wird keineswegs ein Dokument für die Geschichte Frankreichs, allein es wird eins für die Geschichte Englands sein. Auf jeden Fall aber ist es eine Stimme, die bei diesem wichtigen historischen Prozess nicht fehlen durfte. Überhaupt ist es mir angenehm, über Napoleon die entgegengesetztesten Meinungen zu hören, ich lese jetzt das Werk von Bignon, welches mir einen ganz besonderen Wert zu haben scheint. Montag, den 25. Januar 1830 Ich brachte Goethe die Verzeichnisse, die ich über die hinterlassenen Schriften Dumonts als Vorbereitung einer Herausgabe derselben gemacht hatte. Goethe las ihm mit vieler Sorgfalt und schien erstaunt über die Masse von Kenntnissen, Interessen und Ideen, die er bei dem Autor so verschiedener und reichhaltiger Manuskripte vorauszusetzen Ursache habe. Dumont, sagte er, muß ein Geist von großem Umfang gewesen sein. Unter den Gegenständen, die er behandelt hat, ist nicht ein einziger, der nicht an sich interessant und bedeutend wäre, und die Wahl der Gegenstände zeigt immer, was einer für ein Mann und wes Geistes Kind er ist. Nun kann man zwar nicht verlangen, dass der menschliche Geist eine solche Universalität besitze, um alle Gegenstände mit einem gleichen Talent und Glück zu behandeln. Aber wenn es auch dem Autor mit allen nicht auf gleiche Weise gelungen sein sollte, so gibt schon der bloße Vorsatz und Wille, sie zu behandeln, mir von ihm eine sehr hohe Meinung. Ich finde besonders merkwürdig und schätzbar, dass bei ihm überall eine praktische, nützliche und wohlwollende Tendenz vorwaltet. Ich hatte ihm zugleich die ersten Kapitel der Reise nach Paris mitgebracht, die ich ihm vorlesen wollte, die er aber vorzog alleine zu betrachten. Er scherzte darauf über die Schwierigkeit des Lesens und den Dünkel vieler Leute, die ohne alle Vorstudien und vorbereitende Kenntnisse sogleich jedes philosophische und wissenschaftliche Werk lesen möchten, als wenn es eben nichts weiter als ein Roman wäre. Die guten Leutchen, fuhr er fort, wissen nicht, was es einem für Zeit und Mühe gekostet, um's lesen zu lernen. Ich habe achtzig Jahre dazu gebraucht und kann noch jetzt nicht sagen, dass ich am Ziele wäre. Mittwoch, den 27. Januar 1830. Mittags mit Goethe sehr vergnügt bei Tisch. Er sprach mit großer Anerkennung über Herrn von Martius. Sein apersüde Spiraltendenz, sagte er, ist von der höchsten Bedeutung. Hätte ich bei ihm noch etwas zu wünschen, so wäre es, dass er sein entdecktes Urphänomen mit entschiedener Kühnheit durchführte, und dass er die Courage hätte, ein Faktum als Gesetz auszusprechen, ohne die Bestätigung allzu sehr im Weiten zu suchen. Er zeigte mir darauf die Verhandlungen der Naturforschenden Versammlung zu Heidelberg mit hinterher gedruckten Facsimiles der Handschriften, die wir betrachten und auf den Charakter schließen. Ich weiß recht gut, sagte Goethe, dass bei diesen Versammlungen für die Wissenschaft nicht so viel herauskommt, als man sich denken mag. Aber sie sind vortrefflich, dass man sich gegenseitig kennen und möglicherweise lieben lerne. Woraus denn folgt, dass man irgendeine neue Lehre eines bedeutenden Menschen wird gelten lassen und dieser wiederum geneigt sein wird, uns in unseren Richtungen eines anderen Faches anzuerkennen und zu fördern? Auf jeden Fall sehen wir, dass etwas geschieht und niemand kann wissen, was dabei herauskommt. Goethe zeigte mir sodann einen Brief eines englischen Schriftstellers mit der Adresse an seine durch Lauch den Fürsten Goethe. Diesen Titel, sagte Goethe lachend, habe ich wahrscheinlich den deutschen Journalisten zu danken, die mich als allzu großer Liebe wohl den deutschen Dichterfürsten genannt haben. Und so hat denn der unschuldige deutsche Irrtum den ebenso unschuldigen Irrtum des Engländers zur Folge gehabt. Goethe kam darauf wieder auf Herrn von Martius zurück und rühmte an ihm, dass er Einbildungskraft besitze. Im Grunde, fuhr er fort, ist ohne diese hohe Gabe ein wirklich großer Naturforscher gar nicht zu denken. Und zwar meine ich nicht eine Einbildungskraft, die ins Waage geht und sich Dinge imaginiert, die nicht existieren, sondern ich meine eine solche, die den wirklichen Boden der Erde nicht verlässt und mit dem Maßstab des Wirklichen und Erkannten zu geahndeten, vermuteten Dingen schreitet. Da mag sie denn prüfen, ob denn dieses Geahndete auch möglich sei und ob es nicht im Widerspruch mit anderen bewussten Gesetzen komme. Eine solche Einbildungskraft setzt aber freilich einen weiten, ruhigen Kopf voraus, dem eine große Übersicht der lebendigen Welt und ihrer Gesetze zu Gebote steht. Während wir sprachen, kam ein Paket mit einer Übersetzung der Geschwister ins Böhmische, die Goethen große Freude zu machen schien. Sonntag, den 31. Januar 1830, Besuch bei Goethe in Begleitung des Prinzen, er empfing uns in seinem Arbeitszimmer. Wir sprachen über die verschiedenen Ausgaben seiner Werke, wobei es mir auffallend war, von ihm zu hören, dass er den größten Teil seiner Editionen selber nicht besitze. Auch die ersten Ausgaben seines römischen Karnevals mit Kupfern nach eigenen Originalzeichnungen besitze er nicht. Er habe, sagte er, in einer Auktion sechs Taler dafür geboten, ohne sie zu erhalten. Er zeigte uns darauf das erste Manuskript seines Götz von Berlichingen, ganz in der ursprünglichen Gestalt, wie er es vor länger als fünfzig Jahren auf Anregung seiner Schwester in wenigen Wochen geschrieben. Die schlanken Züge der Handschrift trugen schon ganz den freien, klaren Charakter, wie ihn seine deutsche Schrift später immer behalten und auch noch jetzt hat. Das Manuskript war sehr reinlich, man las ganze Seiten ohne die geringste Korrektur, so daß man es eher für eine Kopie als für einen ersten raschen Entwurf hätte halten sollen. Seine frühesten Werke hat Goethe, wie er uns sagte, alle mit eigener Hand geschrieben, auch seinen Werter doch ist das Manuskript verloren gegangen. In späterer Zeit dagegen hat er fast alles diktiert und nur Gedichte und flüchtig notierte Pläne finden sich von seiner eigenen Hand. Sehr oft hat er nicht daran gedacht, von einem neuen Produkt eine Abschrift nehmen zu lassen. Vielmehr hat er häufig die kostbarste Dichtung dem Zufall preisgegeben, indem er öfter als einmal das einzige Exemplar, das er besaß, nach Stuttgart in die Druckerei schickte. Nachdem wir das Manuskript des Berlichingen genugsam betrachtet, zeigte Goethe uns das Original seiner italienischen Reise. In diesen täglich niedergeschriebenen Beobachtungen und Bemerkungen finden sich in Bezug auf die Handschrift dieselben guten Eigenschaften wie bei seinem Götz. Alles ist entschieden fest und sicher, nichts ist korrigiert, und man sieht, dass dem Schreibenden das Detail seiner augenblicklichen Notizen immer frisch und klar vor der Seele stand. Nichts ist veränderlich und wandelbar, ausgenommen das Papier, das in jeder Stadt, wo der Reisende sich aufhielt, in Format und Farbe stets ein anderes wurde. Gegen das Ende dieses Manuskripts fand sich eine geistreich hingeworfene Federzeichnung von Goethe, nämlich die Abbildung eines italienischen Advokaten, wie er in seiner großen Amtskleidung vor Gericht eine Rede hält. Es war die merkwürdigste Figur, die man sich denken konnte, und sein Anzug so auffallend, dass man hätte glauben sollen, er habe ihn gewählt, um auf eine Maskerade zu gehen. Und doch war alles nur eine treue Darstellung nach dem wirklichen Leben. Den Zeigefinger auf die Spitze des Daumens und die übrigen Finger ausgestreckt haltend, stand der dicke Redner behaglich da, und diese wenige Bewegung passte recht gut zu der großen Perücke, womit er sich behängt hatte. Mittwoch, den 3. Februar 1831. Wir sprechen über den Globe und Ton, und dies führte auf die französische Literatur und Literatoren. Guizot, sagte Goethe unter anderem, ist ein Mann nach meinem Sinn. Er ist solide, er besitzt tiefe Kenntnisse, verbunden mit einem aufgeklärten Liberalismus, der über den Parteien stehend seinen eigenen Weg geht. Ich bin begierig zu sehen, welche Rolle er in den Kammern spielen wird, wozu man ihn jetzt gewählt hat. Leute, die ihn nur oberflächlich zu kennen scheinen, erwiderte ich, haben mir ihn als etwas pedantisch geschildert. Es bleibt zu wissen übrig, entgegnete Goethe, welche Sorte von Pedanterie man ihm vorwirft. Alle bedeutenden Menschen, die in ihrer Lebensweise eine gewisse Regelmäßigkeit und feste Grundsätze besitzen, die viel nachgedacht haben und mit den Angelegenheiten des Lebens kein Spiel treiben, können sehr leicht in den Augen oberflächlicher Beobachter als Pedanten erscheinen. Guizot ist ein weitgehender, ruhiger, festhaltender Mann, der der französischen Beweglichkeit gegenüber gar nicht genug zu schätzen und gerade ein solcher ist, wie Sie ihn brauchen. Wilmer, fuhr Goethe fort, ist vielleicht glänzender als Redner, er besitzt die Kunst einer gewandten Entwicklung aus dem Grunde, er ist nie verlegen umschlagende Ausdrücke, wodurch er die Aufmerksamkeit fesselt und seine Hörer zu lautem Beifall fortreißt. Aber er ist weit oberflächlicher als Guizot und weit weniger praktisch. Was Cousin betrifft, so kann er zwar uns Deutschen wenig geben, indem die Philosophie, die er seinen Landsleuten als etwas Neues bringt, uns seit vielen Jahren bekannt ist. Allein, er ist für die Franzosen von großer Bedeutung. Er wird ihnen eine ganz neue Richtung geben. Cuvier, der große Naturkenner, ist bewunderungswürdig durch seine Darstellung und seinen Stil. Niemand exponiert ein Faktum besser als er. Allein er besitzt fast gar keine Philosophie. Er wird sehr unterrichtete Schüler erziehen, aber wenig Tiefe. Alles dieses zu hören war mir umso interessanter, als es mit den Ansichten Dumonts über die gedachten Männer sehr nahe zusammentraf. Ich versprach Goethe, ihm die betreffenden Stellen aus dessen Manuskripten abzuschreiben, damit er sie mit seiner eigenen Meinung gelegentlich vergleichen möge. Die Erwähnung Dumonts brachte das Gespräch auf dessen Verhältnis zu Bentham, worüber sich Goethe also äußerte. Er ist für mich ein interessantes Problem, sagte er, wenn ich sehe, dass ein so vernünftiger, so gemäßigter und so praktischer Mann wie Dumont. Der Schüler und treue Verehrer dieses Narren Bentham sein konnte. Bentham, erwiderte ich, ist gewissermaßen als eine doppelte Person zu betrachten. Ich unterscheide Bentham das Genie, das die Prinzipien ersann, die Dumont der Vergessenheit entzog, indem er sie ausarbeitete, und Bentham den leidenschaftlichen Mann, der aus übertriebenem Nützlichkeitseifer die Grenzen seiner eigenen Lehre überschritt und dadurch sowohl in der Politik als in der Religion zum Radikalen ward. Das aber, erwiderte Goethe, ist eben ein neues Problem für mich, dass ein Greis die Laufbahn eines langen Lebens damit beschließen kann, in seinen letzten Tagen noch ein Radikaler zu werden. Ich suchte diesen Widerspruch zu lösen, indem ich bemerkte, dass Bentham in der Überzeugung von der Vortrefflichkeit seiner Lehre und seiner Gesetzgebung und bei der Unmöglichkeit, sie ohne eine völlige Veränderung des herrschenden Systems in England einzuführen, sich um so mehr von seinem leidenschaftlichen Eifer habe fortreisen lassen, als er mit der äußeren Welt wenig in Berührung komme und die Gefahr eines gewaltsamen Umsturzes nicht zu beurteilen vermöge. Dumont dagegen, fuhr ich fort, der weniger Leidenschaft und mehr Klarheit besitzt, hat die Überspannung Benthams nie gebilligt und ist weit entfernt gewesen, selber in einen ähnlichen Fehler zu fallen. Er hat überdies den Vorteil gehabt, die Prinzipien Benthams in einem Lande in Anwendung zu bringen, das infolge politischer Ereignisse zu jener Zeit gewissermaßen als ein neues zu betrachten war, nämlich in Genf, wo denn auch alles vollkommen gelang und der glückliche Erfolg den Wert des Prinzips an den Tag legte. Dumont, erwiderte Goethe, ist eben ein gemäßigter Liberaler, wie es alle vernünftigen Leute sind und sein sollen, und wie ich es selber bin, und in welchem Sinne zu wirken ich während eines langen Lebens mich bemüht habe. Der wahre Liberale, fuhr er fort, sucht mit den Mitteln, die ihm zu Gebote stehen, so viel Gutes zu bewirken, als er nur immer kann, aber er hütet sich, die oft unvermeidlichen Mängel sogleich mit Feuer und Schwert vertilgen zu wollen. Er ist bemüht durch ein kluges Vorschreiten die öffentlichen Gebrechen nach und nach zu verdrängen, ohne durch gewaltsame Maßregeln zugleich oft ebenso viel Gutes mit zu verderben. Er begnügt sich in dieser stets unvollkommenen Welt so lange mit dem Guten, bis ihn das Bessere zu erreichen Zeit und Umstände begünstigen. Sonnabend, den 6. Februar 1830, bei Frau von Goethe zu Tisch. Der junge Goethe erzählte einiges Artige von seiner Großmutter, der Frau Rat Goethe, zu Frankfurt, die er vor zwanzig Jahren als Student besucht habe und mit der er eines Mittags beim Fürsten Primasch zur Tafel geladen war. Der Fürst sei der Frau Rat aus besonderer Höflichkeit auf der Treppe entgegengekommen, da er aber seine gewöhnliche geistliche Kleidung getragen, so habe sie ihn für einen abb gehalten und nicht sonderlich auf ihn geachtet auch habe sie anfänglich bei Tafel an seiner Seite sitzend nicht eben das freundlichste Gesicht gemacht. Im Laufe des Gesprächs aber sei ihr an dem Benehmen der übrigen Anwesenden nach und nach beigegangen, dass es der Primasch sei. Der Fürst habe darauf auf ihre und ihres Sohnes Gesundheit getrunken, worauf denn die Frau Rat aufgestanden und die Gesundheit seiner Hoheit ausgebracht. Mittwoch, den 10. Februar 1830. Heute nach Tisch war ich einen Augenblick bei Goethe. Er freute sich des herannahenden Frühlings und der wieder länger werdenden Tage. Dann sprachen wir über die Farbenlehre. Er schien an der Möglichkeit zu zweifeln, seiner einfachen Theorie Bahn zu machen. Die Irrtümer meiner Gegner, sagte er, sind seit einem Jahrhundert zu allgemein verbreitet, als dass ich auf meinem einsamen Wege hoffen könnte, noch diesen oder jenen Gefährten zu finden. Ich werde allein bleiben. Ich komme mir oft vor wie ein Mann in einem Schiffbruch, der ein Brett ergreift, das nur einen einzigen zu tragen imstande ist. Dieser eine rettet sich, während alle übrigen jämmerlicher saufen. Sonntag, den 14. Februar 1830. Der heutige Tag war für Weimar ein Tag der Trauer. Die Großherzogin Luise starb diesen Mittag halb zwei Uhr. Die regierende Frau Großherzogin befahl mir, bei Fräulein von Waldner und Goethe in ihrem Namen einen Kondolenzbesuch zu machen. Ich ging zuerst zu Fräulein von Waldner. Ich fand sie in Tränen und tiefer Betrübnis und sich ganz dem Gefühl ihres erlittenen Verlusts überlassend. Ich war, sagte sie, seit länger als fünfzig Jahren im Dienst der verewigten Fürstin. Sie hatte mich selbst zu ihrer Ehrendame erwählt, und diese freie Wahl ihrerseits war mein Stolz und mein Glück. Ich habe mein Vaterland verlassen, um ihrem Dienste zu leben. Hätte sie mich doch auch jetzt mit sich genommen, damit ich nicht nach einer Wiedervereinigung mit ihr so lange zu seufzen brauchte. Ich ging darauf zu Goethe, aber wie ganz anders waren die Zustände bei ihm. Er fühlte den ihn betroffenen Verlust gewiß nicht weniger tief, allein er schien seiner Empfindungen auf alle Weise Herr bleiben zu wollen. Ich fand ihn noch mit einem guten Freunde bei Tisch sitzend und eine Flasche Wein trinken. Er sprach lebhaft und schien überhaupt in sehr heiterer Stimmung. Wohlan, sagte er, als er mich sah, kommen Sie her, nehmen Sie Platz. Der Schlag, der uns lange gedroht, hat endlich getroffen, und wir haben wenigstens nicht mehr mit der grausamen Ungewissheit zu kämpfen. Wir müssen nun sehen, wie wir uns mit dem Leben wieder zurechtsetzen. Dort sind Ihre Tröster, sagte ich, indem ich auf seine Papiere zeigte. Die Arbeit ist ein treffliches Mittel, uns in Leiden wieder emporzurichten. Solange es Tag ist, erwiderte Goethe, wollen wir den Kopf schon oben halten, und solange wir noch hervorbringen können, werden wir nicht nachlassen. Er sprach darauf über Personen, die ein hohes Alter erreicht, und er erwähnte auch die berühmte Ninon. Noch in ihrem neunzigsten Jahre, sagte er, war sie jung, aber sie verstand es auch, sich im Gleichgewicht zu erhalten, und machte sich aus den irdischen Dingen nicht mehr als billig. Selbst der Tod konnte ihr keinen übermäßigen Respekt einflößen. Als sie in ihrem achtzehnten Jahr von einer schweren Krankheit genas und die Umstehenden ihr die Gefahr schilderten, in der sie geschwebt, sagte sie ganz ruhig, was wäre es denn weiter gewesen, hätte ich doch lauter Sterbliche zurückgelassen. Sie lebte darauf noch über siebzig Jahre, liebenswürdig und geliebt und alle Freuden des Lebens genießend, aber bei diesem ihr eigentümlichen Gleichmut sich stets über jeder verzehrenden Leidenschaftlichkeit erhaben haltend. Ninon verstand es, es gibt wenige, die es ihr nachtun. Er reichte mir sodann einen Brief des Königs von Bayern, den er heute erhalten hatte, und der zu seiner heiteren Stimmung wahrscheinlich nicht wenig beigetragen. Lesen Sie, sagte er, und gestehen Sie, dass das Wohlwollen, das der König mir fortwährend bewahrt, und das lebhafte Interesse, das er an den Fortschritten der Literatur und höheren menschlichen Entwicklungen nimmt, durchaus geeignet ist, mir Freude zu machen. Und dass ich diesen Brief gerade heute erhielt, Dafür danke ich dem Himmel als für eine besondere Gunst. Wir sprachen darauf über das Theater und dramatische Poesie. Gotzi, sagte Goethe, wollte behaupten, dass es nur 36 tragische Situationen gäbe. Schiller gab sich alle Mühe, noch mehrere zu finden, allein er fand nicht einmal so viele als Gotzi. Dies führte auf einen Artikel des Glob und zwar auf eine kritische Beleuchtung des Gustav Adolf von Arnold. Die Art und Weise, wie der Rezensent sich dabei benommen, machte Goethen viel Vergnügen und fand seinen vollkommenen Beifall. Der Beurteilende hatte sich nämlich damit begnügt, alle Reminiszenzen des Autors namhaft zu machen, ohne ihn selber und seine poetischen Grundsätze weiter anzugreifen. Der Ton fügte Goethe hinzu, hat sich in seiner Kritik nicht so weise benommen, er maß sich an, dem Dichter den Weg vorschreiben zu wollen, den er hätte gehen müssen. Dies ist ein großer Fehler, denn damit erreicht man nicht, ihn zu bessern. Es gibt überhaupt nichts Dümmeres, als einem Dichter zu sagen, dies hättest du tun müssen und so machen und dieses so. Ich spreche als alter Kenner. Man wird aus einem Dichter nie etwas anderes machen, als was die Natur in ihn gelegt hat. Wollt ihr ihn zwingen, ein anderer zu sein, so werdet ihr ihn vernichten. Meine Freunde, die Herren vom Globe, wie gesagt, machen es sehr klug. Sie drucken eine lange Liste aller Gemeinplätze, die der Herr Arnaud aus allen Ecken und Enden her geliehen hat, und indem sie dieses tun, deuten sie sehr geschickt die Klippe an, vor welcher der Autor sich künftig zu hüten hat. Es ist fast unmöglich, heutzutage noch eine Situation zu finden, die durchaus neu wäre. Bloß die Anschauungsweise und die Kunst, sie zu behandeln und darzustellen, kann neu sein, und hierbei muss man umso mehr vor jeder Nachahmung sich in Acht nehmen. Goethe erzählte uns darauf die Art und Weise, wie Gozzi sein Theater dell'Arte zu Venedig eingerichtet hatte und wie seine improvisierende Truppe beliebt gewesen. Ich habe, sagte er, zu Venedig noch zwei Aktricen jener Truppe gesehen, besonders die Brigella, und habe noch mehreren solcher improvisierten Stücke mit beigewohnt. Die Wirkung, die diese Leute hervorbrachten, war außerordentlich. Goethe sprach so dann über den neapolitanischen Pulcinell. Ein Hauptspaß dieser niedrig komischen Personage, sagte er bestand darin, dass er zuweilen auf der Bühne seine Rolle als Schauspieler auf einmal ganz zu vergessen schien. Er tat, als wäre er wieder nach Hause gekommen, sprach vertraulich mit seiner Familie, erzählte von dem Stück, in welchem er soeben gespielt, und von einem anderen, worin er noch spielen solle. Auch genierte er sich nicht, kleine Naturbedürfnissen ungehinderte Freiheit zu lassen. Aber lieber Mann, rief ihm Sodann seine Frau zu, du scheinst dich ja ganz zu vergessen, bedenke doch die werte Versammlung, vor welcher du dich befindest. Evero, evero, erwiderte darauf pulcinell sich wieder besennend, und kehrte unter großem Applaus der Zuschauer in sein voriges Spiel zurück. Das Theater des Pulcinell ist übrigens von solchem Ruf, dass niemand in guter Gesellschaft sich rühmt, darin gewesen zu sein. Frauen, wie man denken kann, gehen überhaupt nicht hin, es wird nur von Männern besucht. Der Pulcinell ist in der Regel eine Art lebendiger Zeitung, alles, was den Tag über sich in Neapel auffallendes zugetragen hat, kann man abends von ihm hören. Diese Lokalinteressen verbunden mit dem niedern Volksdialekt machen es jedoch dem Fremden fast unmöglich, ihn zu verstehen. Goethe lenkte das Gespräch auf andere Erinnerungen seiner früheren Zeit. Er sprach über sein geringes Vertrauen zum Papiergelde und welche Erfahrungen er in dieser Art gemacht, als Bestätigung erzählte er uns eine Anekdote von Grimm, und zwar aus der Zeit der Französischen Revolution, wo dieser es in Paris nicht mehr für sicher haltend wieder nach Deutschland zurückgekehrt war und in Gotha lebte. Wir waren, sagte Goethe, eines Tages bei Grimm zu Tisch. Ich weiß nicht mehr, wie das Gespräch es herbeiführte. Genug Grimm rief mit einem Mal. Ich wette, daß kein Monarch in Europa ein paar so kostbare Handmanschetten besitzt als ich und daß keiner dafür einen so hohen Preis bezahlt hat, als ich es habe. Es lässt sich denken, dass wir ein lautes, ungläubiges Erstaunen ausdrückten, besonders die Damen, und dass wir alle sehr neugierig waren, ein paar so wunderbare Handmanschetten zu sehen. Grimm stand also auf und holte aus seinem Schränkchen ein paar Spitzenmanschetten von so großer Pracht, dass wir alle in laute Verwunderung ausbrachen. Wir versuchten es, sie zu schätzen, Konnten sie jedoch nicht höher halten als etwa zu 100 bis 200 Louisdor. Grimm lachte und rief, Ihr seid sehr weit vom Ziele. Ich habe Sie mit zweimal 150.000 Franken bezahlt und war noch glücklich, meine Assignaten so gut angebracht zu haben. Am nächsten Tag galten Sie keinen Groschen mehr. Montag, den 15. Februar 1830, ich war diesen Vormittag einen Augenblick bei Goethe, um mich im Namen der Frau Großherzogin nach seinem Befinden zu erkundigen. Ich fand ihn betrübt und gedankenvoll, und von der gestrigen etwas gewaltsamen Aufregtheit keine Spur. Er schien die Lücke, die der Tod in ein fünfzigjähriges freundschaftliches Verhältnis gerissen, heute tief zu empfinden. Ich muß mit Gewalt arbeiten, sagte er, um mich oben zu halten und mich in diese plötzliche Trennung zu schicken. Der Tod ist doch etwas so Seltsames, dass man ihn unerachtet aller Erfahrung bei einem uns teuren Gegenstand nicht für möglich hält, und er immer als etwas Unglaubliches und Unerwartetes eintritt. Er ist gewissermaßen eine Unmöglichkeit, die plötzlich zur Wirklichkeit wird. Und dieser Übergang aus einer uns bekannten Existenz in eine andere, von der wir auch gar nichts wissen, ist etwas so Gewaltsames, dass es für die Zurückbleibenden nicht ohne die tiefste Erschütterung abgeht. Freitag, den 5. März 1830. Eine nahe Verwandte der jugendgeliebten Goethes, Fräulein von Türkheim, war einige Zeit in Weimar. Ich drückte heute gegen Goethe mein Bedauern über ihre Abreise aus. Sie ist so jung, sagte ich, und zeigt eine so erhabene Gesinnung und einen so reifen Geist, wie man ihn bei solchem Alter selten findet. Ihr Erscheinen hat überhaupt den Weimar großen Eindruck gemacht, wäre sie länger geblieben, sie hätte für manchen gefährlich werden können. Wie sehr tut es mir leid, erwiderte Goethe dass ich sie nicht öfter gesehen und dass ich anfänglich immer verschoben habe, sie einzuladen, um mich ungestört mit ihr zu unterhalten und die geliebten Züge ihrer Verwandten in ihr wieder aufzusuchen. Der vierte Band von Wahrheit und Dichtung, fuhr er fort, wo Sie die jugendliche Glücks- und Leidensgeschichte meiner Liebe zu Lilly erzählt finden werden, ist seit einiger Zeit vollendet ich hätte ihn längst früher geschrieben und herausgegeben wenn mich nicht gewisse zarte rücksichten gehindert hätten und zwar nicht rücksichten gegen mich selber sondern gegen die damals noch lebende geliebte ich wäre stolz gewesen es der ganzen welt zu sagen wie sehr ich sie geliebt und ich glaube sie wären nicht errötet zu gestehen daß meine neigung erwidert wurde aber hatte ich das Recht, es öffentlich zu sagen ohne ihre Zustimmung? Ich hatte immer die Absicht, sie darum zu bitten, doch zögerte ich damit hin, bis es denn endlich nicht mehr nötig war. Indem Sie, fuhr Goethe fort, mit solchem Anteil über das liebenswürdige junge Mädchen reden, das uns jetzt verlässt, erwecken Sie in mir alle meine alten Erinnerungen. Ich sehe die reizende Lilly wieder in aller Lebendigkeit vor mir, und es ist mir, als fühlte ich wieder den Hauch ihrer beglückenden Nähe. Sie war in der Tat die erste, die ich tief und wahrhaft liebte. Auch kann ich sagen, dass sie die letzte gewesen, denn alle kleinen Neigungen, die mich in der Folge meines Lebens berührten, waren mit jener verglichen nur leicht und oberflächlich. Ich bin, fuhr Goethe fort, meinem eigentlichen Glücke nie so nah gewesen, als in der Zeit jener Liebe zu Lilly. Die Hindernisse, die uns auseinanderhielten, waren im Grunde nicht unübersteiglich, und doch ging sie mir verloren. Meine Neigung zu ihr hatte etwas so Delikates und etwas so Eigentümliches, dass es jetzt in Darstellung jener schmerzlich glücklichen Epoche auf meinen Stil Einfluss gehabt hat. Wenn Sie künftig den vierten Band von Wahrheit und Dichtung lesen, so werden Sie finden, dass jene Liebe etwas ganz anderes ist als eine Liebe in Romanen. Dasselbige, erwiderte ich, könnte man auch von Ihrer Liebe zu Gretchen und Friederike sagen. Die Darstellung von beiden ist gleichfalls so neu und originell, wie die Romanschreiber dergleichen nicht erfinden und ausdenken. Es scheint dieses von der großen Wahrhaftigkeit des Erzählers herzurühren, der das Erlebte nicht zu bemänteln gesucht, um es zu größerem Vorteil erscheinen zu lassen, und der jede empfindsame Phase vermieden, wo schon die einfache Darlegung der Ereignisse genügte. Auch ist die Liebe selbst, fügte ich hinzu, sich niemals gleich, sie ist stets original und modifiziert sich stets nach dem Charakter und der Persönlichkeit derjenigen, die wir lieben. Sie haben vollkommen recht, erwiderte Goethe, denn nicht bloß wir sind die Liebe, sondern es ist auch das uns anreizende Liebeobjekt. Und dann, was nicht zu vergessen, kommt als ein mächtiges drittes, noch das dämonische hinzu, das jede Leidenschaft zu begleiten pflegt und das in der Liebe sein eigentliches Element findet. In meinem Verhältnis zu Lili war es besonders wirksam. Es gab meinem ganzen Leben eine andere Richtung. Und ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass meine Herkunft nach Weimar und mein jetziges Hiersein davon eine unmittelbare Folge war. Sonnabend, den 6. März 1830. Goethe liest seit einiger Zeit die Memoiren von Saint-Simon. Mit dem Tod von Ludwig XIV., sagte er mir vor einigen Tagen, habe ich jetzt Halt gemacht. Bis dahin hat mich das Dutzend Bände im hohen Grade interessiert, und zwar durch den Kontrast der Willensrichtungen des Herrn und der aristokratischen Tugend des Dieners. Aber von dem Augenblick an, wo jener Monarch abgeht und eine andere Personage auftritt, die zu schlecht ist, als dass Saint Simon sich zu seinem Vorteil neben ihr ausnehmen könnte, machte die Lektüre mir keine Freude mehr. Der Widerwille trat ein, und ich verließ das Buch da, wo mich der Tyrann verließ. Auch den Glob und Ton, den Goethe seit mehreren Monaten mit dem großen Eifer las, hat er seit etwa vierzehn Tagen zu lesen aufgehört. So wie die Nummern bei ihm unter Kreuzband ankommen, legt er sie uneröffnet beiseite. Indes bittet er seine Freunde, ihm zu erzählen, was in der Welt vorgeht. Er ist seit einiger Zeit sehr produktiv und ganz vertieft im zweiten Teil seines Faust, Besonders ist es die klassische Walpurgisnacht, die ihn seit einigen Wochen ganz hinnimmt und die dadurch auch rasch und bedeutend heranwächst. In solchen durchaus produktiven Epochen liebt Goethe die Lektüre überhaupt nicht. Es wäre denn, dass sie als etwas Leichtes und Heitres ihm als ein wohltätiges Ausruhen diente, oder auch, dass sie mit dem Gegenstande, den er eben unter Händen hat, in Harmonie stände und dazu behilflich wäre. Er meidet sie dagegen ganz entschieden, wenn sie so bedeutend und aufregend wirkte, dass sie seine ruhige Produktion stören und sein tätiges Interesse zersplittern und ablenken könnte. Das Letztere scheint jetzt mit dem Globe und der Fall zu sein. Ich sehe, sagte er, es bereiten sich in Paris bedeutende Dinge vor. Wir sind am Vorabend einer großen Explosion. Da ich aber darauf keinen Einfluss habe, so will ich es ruhig abwarten, ohne mich von dem spannenden Gang des Dramas unnützerweise täglich aufregen zu lassen. Ich lese jetzt so wenig den Glob als den Ton, und meine Walpurgisnacht rückt dabei gar nicht schlecht vorwärts. Er sprach darauf über den Zustand der neuesten französischen Literatur, die ihn sehr interessiert was die franzosen sagt er bei ihrer jetzigen literarischen richtung für etwas neues halten ist im grunde weiter nichts als der widerschein desjenigen was die deutsche literatur seit fünfzig jahren gewollt und geworden der keim der historischen stücke die bei ihnen jetzt etwas neues sind finden sich schon seit einem halben jahrhundert in meinem götz übrigens fügte er hinzu haben die deutschen Schriftsteller niemals daran gedacht und nie in der Absicht geschrieben, auf die Franzosen einen Einfluss ausüben zu wollen. Ich selbst habe immer nur mein Deutschland vor Augen gehabt, und es ist erst seit gestern oder ehe gestern, dass es mir einfällt, meine Blicke westwärts zu wenden, um auch zu sehen, wie unsere Nachbarn jenseits des Rheins von mir denken. Aber auch jetzt haben sie auf meine Produktionen keinen Einfluss. Selbst Wieland, der die französischen Formen und Darstellungsweisen nachgeahmt, ist im Grunde durchaus immer deutsch geblieben und würde sich in einer Übertragung schlecht ausnehmen. Sonntag, den 14. März 1830. Abends bei Goethe. Er zeigte mir alle jetzt geordneten Schätze der Kiste von David, mit deren Auspackung ich ihn vor einigen Tagen beschäftigt fand. Die Gipsmedaillons mit den Profilen der vorzüglichsten jungen Dichter Frankreichs hatte er in großer Ordnung auf Tischen nebeneinander gelegt. Er sprach dabei abermals über das außerordentliche Talent Davids, das ebenso groß sei in der Auffassung als in der Ausführung. Auch zeigte er mir eine Menge der neuesten Werke, die ihm durch die Vermittlung Davids von den ausgezeichnetsten Talenten der romantischen Schule als Autorgeschenke verehrt wurden. Ich sah Werke von Saint-Beuve, Victor Hugo, Balzac, Alfred de Vigny, Gilles Janin und anderen. David, sagte er, hat mir durch diese Sendung schöne Tage bereitet. Die jungen Dichter beschäftigen mich nun schon die ganze Woche und gewähren mir durch die frischen Eindrücke, die ich von ihnen empfange, ein neues Leben. Ich werde über die mir sehr lieben Porträts, und Bücher einen eigenen Katalog machen und beiden in meiner Kunstsammlung und Bibliothek einen besonderen Platz geben. Man sah es Goethe an, dass diese Huldigung der jungen Dichter Frankreichs ihn innerlichst beglückte. Er las darauf einiges in den Studien von Émile de Champ. Die Übersetzung der Braut von Korinth lobte er als treu und sehr gelungen. Ich besitze, sagte er, das Manuskript einer italienischen Übersetzung dieses Gedichts, welches das Original bis zum Rhythmus wiedergibt. Die Braut von Korinth gab Goethen Anlass, auch von seinen übrigen Balladen zu reden. Ich verdanke sie größtenteils Schillern, sagte er, der mich dazu trieb, weil er immer etwas Neues für seine Horen brauchte. Ich hatte sie alle schon seit vielen Jahren im Kopf. Sie beschäftigten meinen Geist als anmutige Bilder, als schöne Träume, die kamen und gingen, und womit die Phantasie mich spielend beglückte. Ich entschloss mich ungern dazu, diesen mir seit so lange befreundeten glänzenden Erscheinungen ein Lebewohl zu sagen, indem ich ihnen durch das ungenügende, dürftige Wort einen Körper verlieh. Als sie auf dem Papiere standen, betrachtete ich sie mit einem Gemisch von Wehmut, es war mir, als sollte ich mich auf immer von einem geliebten Freunde trennen. Zu anderen Zeiten, fuhr Goethe fort, ging es mir mit meinen Gedichten gänzlich anders. Ich hatte davon vorher durchaus keine Eindrücke und keine Ahnung, sondern sie kamen plötzlich über mich, und wollten augenblicklich gemacht sein, so dass ich sie auf der Stelle instinktmäßig und traumartig niederzuschreiben mich getrieben fühlte. In solchem nachtwandlerischen Zustande geschah es, dass ich einen ganz schief liegenden Papierbogen vor mir hatte und dass ich dieses erst bemerkte, wenn alles geschrieben war oder wenn ich zum Weiterschreiben keinen Platz fand. Ich habe mehrere solcher in der Diagonale geschriebene Blätter besessen, sie sind mir jedoch nach und nach abhanden gekommen, so dass es mir leid tut, keine Proben solcher poetischen Vertiefung mehr vorzeigen zu können. Das Gespräch lenkte sich sodann auf die französische Literatur zurück, und zwar auf die allerneueste, ultraromantische Richtung einiger nicht unbedeutender Talente. Goethe war der Meinung, dass diese im Werden begriffene poetische Revolution der Literatur selber im hohen Grade günstig, den einzelnen Schriftstellern aber, die sie bewirken, nachteilig sei. Bei keiner Revolution, sagt er, sind die Extreme zu vermeiden. Bei der politischen will man anfänglich gewöhnlich nichts weiter als die Abstellung von allerlei Missbräuchen, aber ehe man es sich versieht, steckt man tief in Blutvergießen und Greuel. So wollten auch die Franzosen bei ihrer jetzigen literarischen Umwälzung anfänglich nichts weiter als eine freiere Form. Aber dabei bleiben sie jetzt nicht stehen, sondern sie verwerfen neben der Form auch den bisherigen Inhalt. Die Darstellung edler Gesinnungen und Taten fängt man an, für langweilig zu erklären, und man versucht sich in Behandlung von allerlei Verruchtheiten. An die Stelle des schönen Inhalts griechischer Mythologie treten Teufel, Hexen und Vampire, und die erhabenen Helden der Vorzeit müssen Gaunern und Galeerensklaven Platz machen. Dergleichen ist pikant, das wirkt. Nachdem aber das Publikum diese stark gepfefferte Speise einmal gekostet und sich daran gewöhnt hat, wird es nur immer nach mehrerem und stärkerem begierig. Ein junges Talent, das wirken und anerkannt sein will und nicht groß genug ist, auf eigenem Wege zu gehen, muss sich dem Geschmack des Tages bequemen. Ja, es muss seine Vorgänger im Schreck und Schauerlichen noch zu überbieten suchen. In diesem Jagen nach Äußern Effektmitteln aber wird jedes tiefere Studium und jedes stufenweise gründliche Entwickeln des Talentes und Menschen von innen heraus ganz außer Acht gelassen. Das ist aber der größte Schaden, der dem Talent begegnen kann, wiewohl die Literatur im Allgemeinen bei dieser augenblicklichen Richtung gewinnen wird. Wie kann aber, versetzte ich, ein Bestreben, das die einzelnen Talente zugrunde richtet, der Literatur im allgemeinen günstig sein? Die Extreme und Auswüchse, die ich bezeichnet habe, erwiderte Goethe, werden nach und nach verschwinden, aber zuletzt wird der sehr große Vorteil bleiben, dass man neben einer freieren Form auch einen reicheren, verschiedenartigeren Inhalt wird erreicht haben, und man keinen Gegenstand der breitesten Welt und des mannigfaltigsten Lebens als unpoetisch mehr wird ausschließen. Ich vergleiche die jetzige literarische Epoche dem Zustande eines heftigen Fiebers, das zwar an sich nicht gut und wünschenswert ist, aber eine bessere Gesundheit als heitere Folge hat. Dasjenige wirklich Verruchte, was jetzt oft den ganzen Inhalt eines poetischen Werkes ausmacht, wird künftig nur als wohltätiges Ingredienz eintreten, ja, Mann wird das augenblicklich Verbannte durchaus reine und edle bald mit desto größerem Verlangen wieder hervorsuchen. Es ist mir auffallend, bemerkte ich, »dass auch Mérimée, der doch zu ihren Lieblingen gehört, durch die abscheulichen Gegenstände seiner Gusler gleichfalls jene ultraromantische Bahn betreten hat. Mérimée, erwiderte Goethe, hat diese Dinge ganz anders traktiert als seine Mitgesellen. Es fehlt freilich diesen Gedichten nicht an allerlei schauerlichen Motiven von Kirchhöfen, nächtlichen Kreuzwegen, Gespenstern und Vampiren. Allein alle diese Widerwärtigkeiten berühren nicht das Innere des Dichters. Er behandelt sie vielmehr aus einer gewissen objektiven Ferne und gleichsam mit Ironie. Er geht dabei ganz zu Werke wie ein Künstler, dem es Spaß macht, auch einmal so etwas zu versuchen. Er hat sein eigenes Innere, wie gesagt, dabei gänzlich verleugnet, ja, er hat dabei sogar den Franzosen verleugnet, und zwar so sehr, dass man diese Gedichte der Gußler anfänglich für wirklich illyrische Volksgedichte gehalten, und also nur wenig gefehlt hat, dass ihm die beabsichtigte Mystifikation gelungen wäre. »Mérimée,« fuhr Goethe fort, ist freilich ein ganzer Kerl, wie denn überhaupt zum objektiven Behandeln eines Gegenstandes mehr Kraft und Genie gehört, als man denkt. So hat auch Byron, trotz seiner stark vorwaltenden Persönlichkeit, zuweilen die Kraft gehabt, sich gänzlich zu verleugnen, wie dieses an einigen seiner dramatischen Sachen und besonders an seinem Marino Faliero zu sehen, bei diesem Stück vergisst man ganz, dass Byron, ja, dass ein Engländer es geschrieben. Wir leben darin ganz und gar zu Venedig und ganz und gar in der Zeit, in der die Handlung vorgeht. Die Personen reden ganz aus sich selber und aus ihrem eigenen Zustande heraus, ohne etwas von subjektiven Gefühlen, Gedanken und Meinungen des Dichters an sich zu haben. Das ist die rechte Art. Von unseren jungen französischen Romantikern der übertriebenen Sorte ist das freilich nicht zu rühmen. Was ich auch von ihnen gelesen, Gedichte, Romane, dramatische Arbeiten, es trug alles die persönliche Farbe des Autors und es machte mich nie vergessen, dass ein Pariser, dass ein Franzose es geschrieben, ja selbst bei behandelten ausländischen Stoffen blieb man doch immer in Frankreich und Paris durchaus befangen in allen Wünschen, Bedürfnissen, Konflikten und Gärungen des augenblicklichen Tages. Auch Beranger, warf ich versuchend ein, hat nur Zustände der großen Hauptstadt und nur sein eigenes Innere ausgesprochen. Das ist auch ein Mensch danach, erwiderte Goethe, dessen Darstellung und dessen Inneres etwas wert ist. Bei ihm findet sich der Gehalt einer bedeutenden Persönlichkeit. Béranger ist eine durchaus glücklich begabte Natur, fest in sich selber gegründet, rein aus sich selber entwickelt und durchaus mit sich selber in Harmonie. Er hat nie gefragt, was ist an der Zeit, was wirkt, was gefällt und was machen die anderen, damit er es ihnen nachmache. Er hat immer nur aus dem Kern seiner eigenen Natur herausgewirkt, ohne sich zu bekümmern, was das Publikum oder was diese oder jene Partei erwarte. Er hat freilich in verschiedenen bedenklichen Epochen nach den Stimmungen, Wünschen und Bedürfnissen des Volkes hingehorcht, Allein das hat ihn nur in sich selber befestigt, indem es ihm sagte, dass sein eigenes Innere mit dem des Volkes in Harmonie stand. Aber es hat ihn nie verleitet, etwas anderes auszusprechen, als was bereits in seinem eigenen Herzen lebte. Sie wissen, ich bin im Ganzen kein Freund von sogenannten politischen Gedichten. Allein solche wie Beranger sie gemacht hat, lasse ich mir gefallen. Es ist bei ihm nichts aus der Luft gegriffen, nichts von bloß imaginierten oder imaginären Interessen. Er schießt nie ins Blaue hinein, vielmehr hat er stets die entschiedensten und zwar immer bedeutende Gegenstände. Seine liebende Bewunderung Napoleons und das Zurückdenken an die großen Waffentaten, die unter ihm geschehen, und zwar zu einer Zeit, wo diese Erinnerung den etwas gedrückten Franzosen ein Trost war, dann sein Hass gegen die Herrschaft der Pfaffen und gegen die Verfinsterung, die mit den Jesuiten wieder einzubrechen droht. Das sind denn doch Dinge, denen man wohl seine völlige Zustimmung nicht versagen kann. Und wie meisterhaft ist bei ihm die jedesmalige Behandlung, wie wälzt und rundet er den Gegenstand in seinem Innern, ehe er ihn ausspricht. Und dann, wenn alles reif ist, welcher Witz, Geist, Ironie und Persiflage und welche Herzlichkeit, Naivität und Grazie werden nicht von ihm bei jedem Schritt entfaltet. Seine Lieder haben ja aus ja ein Millionen froher Menschen gemacht. Sie sind durchaus mundrecht, auch für die arbeitende Klasse während sie sich über das Niveau des Gewöhnlichen so sehr erheben, dass das Volk im Umgang mit diesen anmutigen Geistern gewöhnt und genötigt wird, selbst edler und besser zu denken. Was wollen Sie mehr? Und was lässt sich überhaupt Besseres von einem Poeten rühmen? Es ist vortrefflich ohne Frage, erwiderte ich. Sie wissen selbst, wie sehr ich ihn seit Jahren liebe. Auch können Sie denken, wie wohl es mir tut, Sie so über ihn reden zu hören. Soll ich aber sagen, welche von seinen Liedern ich vorziehe, so gefallen mir denn doch seine Liebesgedichte besser als seine politischen, bei denen mir ohnehin die speziellen Bezüge und Anspielungen nicht immer deutlich sind. Das ist Ihre Sache, erwiderte Goethe. Auch sind die politischen gar nicht für Sie geschrieben, fragen Sie aber die Franzosen, und sie werden Ihnen sagen, was daran Gutes ist. Ein politisches Gedicht ist überhaupt im glücklichsten Falle immer nur als Organ einer einzelnen Nation und in den meisten Fällen nur als Organ einer gewissen Partei zu betrachten. Aber von dieser Nation und dieser Partei wird es, auch wenn es gut ist, mit Enthusiasmus ergriffen werden. Auch ist ein politisches Gedicht immer nur als Produkt eines gewissen Zeitzustandes anzusehen, der aber freilich vorübergeht und dem Gedicht für die Folge denjenigen Wert nimmt, den es vom Gegenstand hat. Béranger hatte übrigens gut gemacht. Paris ist Frankreich. Alle bedeutenden Interessen seines großen Vaterlandes konzentrieren sich in der Hauptstadt und haben dort ihr eigentliches Leben und ihren eigentlichen Widerhalt. Auch ist er in den meisten seiner politischen Lieder keineswegs als bloßes Organ seiner einzelnen Partei zu betrachten, vielmehr sind die Dinge, denen er entgegenwirkt, größtenteils von so allgemein nationalem Interesse, dass der Dichter fast immer als große Volksstimme vernommen wird. Bei uns in Deutschland ist dergleichen nicht möglich. Wir haben keine Stadt, ja, wir haben nicht einmal ein Land, von dem wir entschieden sagen könnten, hier ist Deutschland. Fragen wir in Wien, so heißt es, hier ist Österreich. Und fragen wir in Berlin, so heißt es, hier ist Preußen. Bloß vor 16 Jahren, als wir endlich die Franzosen los sein wollten, war Deutschland überall. Hier hätte ein politischer Dichter allgemein wirken können. Allein es bedurfte seiner nicht. Die allgemeine Not und das allgemeine Gefühl der Schmach hatte die Nation als etwas Dämonisches ergriffen. Das begeisternde Feuer, das der Dichter hätte entzünden können, brannte bereits überall von selber. Doch will ich nicht leugnen, dass Arndt, Körner und Rückert einiges gewirkt haben. Man hat ihnen vorgeworfen, bemerkte ich etwas unvorsichtig, dass sie in jener großen Zeit nicht auch die Waffen ergriffen oder wenigstens nicht als Dichter eingewirkt haben. Lassen wir das, mein Guter, erwiderte Goethe. Es ist eine absurde Welt, die nicht weiß, was sie will, und die muß man reden und gewähren lassen. Wie hätte ich die Waffen ergreifen können ohne Hass und wie hätte ich hassen können ohne Jugend. Hätte jenes Ereignis mich als einen Zwanzigjährigen getroffen, so wäre ich sicher nicht der Letzte geblieben, allein es fand mich als einen, der bereits über die ersten sechzig hinaus war. Auch können wir dem Vaterlande nicht alle auf gleiche Weise dienen, sondern jeder tut sein Bestes, je nachdem Gott es ihm gegeben. Ich habe es mir ein halbes Jahrhundert lang sauer genug werden lassen. Ich kann sagen, ich habe in den Dingen, die die Natur mir zum Tagewerk bestimmt, mir Tag und Nacht keine Ruhe gelassen und mir keine Erholung gegönnt, sondern immer gestrebt und geforscht und getan, so gut und so viel ich konnte. Wenn jeder von sich dasselbe sagen kann, so wird es um alle gut stehen. Im Grunde, versetzte ich begütigend, sollte sie jener Vorwurf nicht verdrießen, vielmehr könnten Sie sich darauf etwas einbilden, denn was will das anders sagen, als dass die Meinung der Welt von Ihnen so groß ist, dass Sie verlangen, dass derjenige, der für die Kultur seiner Nation mehr getan als irgendein anderer, nun endlich alles hätte tun sollen. Ich mag nichts sagen, wie ich denke, erwiderte Goethe. Es versteckt sich hinter jedem Gerede mehr böser Wille gegen mich, als Sie wissen. Ich fühle darin eine neue Form des alten Hasses, mit dem man mich seit Jahren verfolgt und mir im Stillen beizukommen sucht. Ich weiß recht gut, ich bin vielen ein Dorn im Auge. Sie wären mich alle sehr gerne los, und da man nun an meinen Talenten nicht rühren kann, so will man an meinen Charakter. Bald soll ich stolz sein, bald egoistisch, bald voller Neid gegen junge Talente, bald in Sinnenlust versunken, bald ohne Christentum und nun endlich gar ohne Liebe zu meinem Vaterlande und meinen lieben Deutschen. Sie kennen mich nun seit Jahren hinlänglich und fühlen, was an all dem Gerede ist. Wollen Sie aber wissen, was ich gelitten habe? So lesen Sie meine Xenien, und es wird Ihnen aus meinen Gegenwirkungen klar werden, womit man mir abwechselnd das Leben zu verbittern gesucht hat. Ein deutscher Schriftsteller, ein deutscher Märtyrer, ja, mein Guter, Sie werden es nicht anders finden, und ich selbst kann mich noch kaum beklagen, es ist allen anderen nicht besser gegangen, den meisten sogar schlechter, und in England und Frankreich, ganz wie bei uns. Was hat nicht Molière zu leiden gehabt, und was nicht Rousseau und Voltaire? Byron ward durch die bösen Zungen aus England getrieben und würde zuletzt ans Ende der Welt geflohen sein, wenn ein früher Tod ihn nicht den Philistern und ihrem Hass enthoben hätte. Und wenn noch die bornierte Masse höhere Menschen verfolgte, nein, ein begabter und ein Talent, verfolgt das andere. Platen ärgert Heine und Heine Platen, und jeder sucht den anderen schlecht und verhasst zu machen, da doch zu einem friedlichen Hinleben und Hinwirken die Welt groß und weit genug ist und jeder schon an seinem eigenen Talent einen Feind hat, der ihm hinlänglich zu schaffen macht. Kriegslieder schreiben und im Zimmer sitzen, das wäre meine Art gewesen. Aus dem Biwak heraus, wo man nachts die Pferde der feindlichen Vorposten wiehern hört, da hätte ich es mir gefallen lassen. Aber das war nicht mein Leben und nicht meine Sache, sondern die von Theodor Körner. Ihm kleiden seine Kriegslieder auch ganz vollkommen. Bei mir aber, der ich keine kriegerische Natur bin und keinen kriegerischen Sinn habe, würden Kriegslieder eine Maske gewesen sein, die mir sehr schlecht zu Gesicht gestanden hätten. Ich habe in meiner Poesie nie affektiert. Was ich nicht lebte und was mir nicht auf den Nägeln brannte und zu schaffen machte, habe ich auch nicht gedichtet und ausgesprochen. Liebesgedichte habe ich nur gemacht, wenn ich liebte. Wie hätte ich nun Lieder des Hasses schreiben können ohne Hass? Und unter uns, ich hasste die Franzosen nicht, wiewohl ich Gott dankte, als wir sie los waren. Wie hätte auch ich, dem nur Kultur und Barbarei Dinge von Bedeutung sind, eine Nation hassen können, die zu den kultiviertesten der Erde gehört und der ich einen so großen Teil meiner eigenen Bildung verdanke? Überhaupt, fuhr Goethe fort, ist es mit dem Nationalhass ein eigenes Ding. Auf den untersten Stufen der Kultur werden sie ihn immer am stärksten und heftigsten finden. Es gibt aber eine Stufe, wo er ganz verschwindet und wo man gewissermaßen über den Nationen steht und man ein Glück oder ein Wehe seines Nachbarvolkes empfindet, als wäre es dem eigenen begegnet. Diese Kulturstufe war meiner Natur gemäß und ich hatte mich daran lange befestigt, ehe ich mein sechzigstes Jahr erreicht hatte. Montag, den 15. März 1830. Abends ein Stündchen bei Goethe. Er sprach viel über Jena und die Einrichtungen und Verbesserungen, die er in den verschiedenen Branchen der Universität zustande gebracht hatte. Für Chemie, Botanik und Mineralogie, die früher nur insoweit sie zur Pharmazie gehörten behandelt worden, habe er besondere Lehrstühle eingeführt. Vor allem sei für das naturwissenschaftliche Museum und die Bibliothek von ihm manches Gute bewirkt worden. Bei dieser Gelegenheit erzählte er mir mit vielem Selbstbehagen und guter Laune die Geschichte seiner gewaltsamen Besitzergreifung eines an die Bibliothek grenzenden Saales, den die medizinische Fakultät inne gehabt, aber nicht habe hergeben wollen. Die Bibliothek, sagte er, befand sich in einem sehr schlechten Zustand. Das Lokal war feucht und eng und bei weitem nicht geeignet, seine Schätze gehörigerweise zu fassen. Besonders seit durch den Ankauf der Büttnerschen Bibliothek von Seiten des Großherzogs abermals 13.000 Bände hinzugekommen waren, die in großen Haufen am Boden umherlagen, weil es wie gesagt an Raum fehlte, sie gehörig zu platzieren. Ich war wirklich dieser Halb in einiger Not. Man hätte zu einem neuen Anbau schreiten müssen. Allein dazu fehlten die Mittel. Auch konnte ein neuer Anbau noch recht gut vermieden werden, in dem unmittelbar an die Räume der Bibliothek ein großer Saal grenzte, der leer stand und ganz geeignet war, allen unseren Bedürfnissen auf das Herrlichste abzuhelfen. Allein dieser Saal war nicht im Besitz der Bibliothek, sondern im Gebrauch der Fakultät der Mediziner, die ihn mitunter zu ihren Konferenzen benutzten. Ich wendete mich also an diese Herren mit der sehr höflichen Bitte, mir diesen Saal für die Bibliothek abzutreten. Dazu aber wollten die Herren sich nicht verstehen. Allenfalls seien sie geneigt nachzugeben, wenn ich ihnen für den Zweck ihrer Konferenzen einen neuen Saal wolle bauen lassen, und zwar sogleich. Ich erwiderte ihn, dass ich sehr bereit sei, ein anderes Lokal für sie herrichten zu lassen, dass ich aber einen sofortigen Neubau nicht versprechen könne. Diese meine Antwort schien aber den Herrn nicht genügt zu haben, denn als ich am andern Morgen hinschickte, um mir den Schlüssel auszubitten, hieß es, er sei nicht zu finden. Da blieb nun weiter nichts zu tun, als eroberungsweise einzuschreiten. Ich ließ also einen Maurer kommen, und führte ihn in die Bibliothek vor die Wand des angrenzenden gedachten Saales. Diese Mauer, mein Freund, sagte ich, muß sehr dick sein, denn sie trennt zwei verschiedene Wohnungspartien. Versuche doch einmal und prüfet, wie stark sie ist. Der Maurer schritt zu Werke, und kaum hatte er fünf bis sechs herzhafte Schläge getan, als Kalk und Backsteine fielen und man durch die entstandene Öffnung schon einige ehrwürdige Porträts alter Perücken herdurchschimmern sah, womit man den Saal dekoriert hatte. Fahret nur fort, mein Freund, sagte ich, ich sehe noch nicht helle genug, geniert euch nicht und tut ganz, als ob ihr zu Hause wäret. Diese freundliche Ermunterung wirkte auf den Maurer so belebend, dass die Öffnung bald groß genug ward, um vollkommen als Tür zu gelten. Worauf denn meine Bibliotheksleute in den Saal drangen, jeder mit einem Arm voll Bücher, die sie als Zeichen der Besitzergreifung auf den Boden warfen. Bänke, Stühle und Pulte verschwanden in einem Augenblick, und meine Getreuen hielten sich so rasch und tätig dazu, daß schon in wenigen Tagen sämtliche Bücher in ihren Reposituren in schönster Ordnung an den Wänden umherstanden. Die Herren Mediziner, die bald darauf durch ihre gewohnte Tür in Corpore in den Saal traten, waren ganz verblüfft, eine so große und unerwartete Verwandlung zu finden. Sie wussten nicht, was sie sagen sollten, und zogen sich still wieder zurück, aber sie bewahrten mir alle einen heimlichen Groll. Doch wenn ich sie einzeln sehe, und besonders wenn ich einen oder den anderen von ihnen bei mir zu Tisch habe, so sind sie ganz charmant und meine sehr lieben Freunde. Als ich dem Großherzog den Verlauf dieses Abenteuers erzählte, das freilich mit seinem Einverständnis und seiner völligen Zustimmung eingeleitet war, amüsierte es ihn königlich, und wir haben später recht oft darüber gelacht. Goethe war in sehr guter Laune und glücklich in diesen Erinnerungen. Ja, mein Freund, fuhr er fort, man hat seine Not gehabt, um gute Dinge durchzusetzen. Später als ich wegen großer Feuchtigkeit der Bibliothek einen schädlichen Teil der ganz nutzlosen alten Stadtmauer wollte abreißen und hinwegräumen lassen, ging es mir nicht besser. Meine Bitten, guten Gründe und vernünftigen Vorstellungen fanden kein Gehör, und ich musste auch hier endlich eroberungsweise zu Werke gehen. Als nun die Herren der Stadtverwaltung meine Arbeiter an ihrer alten Mauer im Werke sahen, schickten sie eine Deputation an den Großherzog, der sich damals in Dornburg aufhielt, mit der ganz untertänigen Bitte, dass es doch seiner Hoheit gefallen möge, durch ein Machtwort mir in dem gewaltsamen Einreißen ihrer alten ehrwürdigen Stadtmauer Einhalt zu tun. Aber der Großherzog, der mich auch zu diesem Schritt heimlich autorisiert hatte, antwortete sehr weise, ich mische mich nicht in Goethes Angelegenheiten. Er weiß schon, was er zu tun hat und muß sehen, wie er zurechtkommt. Geht doch hin und sagt es ihm selbst, wenn ihr die Courage habt. Es ließ sich aber niemand bei mir blicken, fügte Goethe lachend hinzu. Ich fuhr fort, von der alten Mauer niederreißen zu lassen, was mir im Wege stand, und hatte die Freude, meine Bibliothek endlich trocken zu sehen. Mittwoch, den 17. März 1830. Abends ein paar Stündchen bei Goethe, ich brachte ihm im Auftrag der Frau Großfürstin Gemma von Art zurück und äußerte gegen ihn über dieses Stück alles Gute, was ich darüber in Gedanken hatte. Ich freue mich immer, erwiderte er, wenn etwas hervorgebracht worden ist, das in der Erfindung neu ist und überhaupt den Stempel des Talentes trägt. Darauf, indem er den Band zwischen beide Hände nahm und ihn ein wenig von der Seite ansah, fügte er hinzu Aber es will mir nie recht gefallen, wenn ich sehe, dass dramatische Schriftsteller Stücke machen, die durchaus zu lang sind, um so gegeben zu werden, wie sie geschrieben. Diese Unvollkommenheit nimmt mir die Hälfte des Vergnügens, das ich sonst darüber empfinden würde. Sehen Sie nur, was Gemma von Art für ein dicker Band ist. Schiller, erwiderte ich, hat es nicht viel besser gemacht, und doch ist er ein sehr großer dramatischer Schriftsteller. Auch er hat freilich darin gefehlt, erwiderte Goethe, besonders seine ersten Stücke, die er in der ganzen Fülle der Jugend schrieb, wollen gar kein Ende nehmen. Er hat zu viel auf dem Herzen und zu viel zu sagen, als dass er es hätte beherrschen können. Später, als er sich dieses Fehlers bewusst war, gab er sich unendliche Mühe und suchte ihn durch Studium und Arbeit zu überwinden, aber es hat ihm damit nie recht gelingen wollen. Sein Gegenstand gehörig beherrschen und sich vom Leibe zu halten und sich nur auf das Durchaus Notwendige zu konzentrieren, erfordert freilich die Kräfte eines poetischen Riesen und ist schwerer, als man denkt. Hofrat Riemer ließ sich melden und trat herein, ich schickte mich an zu gehen, weil ich wusste, dass es der Abend war, wo Goethe mit Riemer zu arbeiten pflegt. Allein Goethe bat mich zu bleiben, welches ich denn sehr gerne tat, und wodurch ich Zeuge einer Unterhaltung wurde, voll Übermut, Ironie und mephistophelischer Laune von Seiten Goethes. »Da ist der Sömmering gestorben«, fing Goethe an, »kaum elende 75 Jahre alt.« »Was doch die Menschen für Lumpen sind, dass sie nicht die Courage haben, länger auszuhalten als das.« »Da lobe ich mir meinen Freund Mantham, diesen höchst radikalen Narren. Er hält sich gut, und doch ist er noch einige Wochen älter als ich.« man könnte hinzufügen, erwiderte ich, dass er ihnen noch in einem anderen Punkte gleicht, denn er arbeitet noch immer mit der ganzen Tätigkeit der Jugend. Das mag sein, erwiderte Goethe, aber wir befinden uns an den beiden entgegengesetzten Enden der Kette. Er will niederreißen, und ich möchte erhalten und aufbauen. In seinem Alter so radikal zu sein, ist der Gipfel aller Tollheit. Ich denke, entgegnete ich, man muß zwei Arten von Radikalismus unterscheiden. Der eine, um künftig aufzubauen, will vorher reine Bahn machen und alles niederreißen, während der andere sich begnügt, auf die schwachen Partien und Fehler einer Staatsverwaltung hinzudeuten, in Hoffnung, das Gute zu erreichen, ohne die Anwendung gewaltsamer Mittel. In England geboren, würden Sie dieser letzten Art sicher nicht entgangen sein. Wofür halten Sie mich? erwiderte Goethe, der nun ganz die Miene und den Ton seines Mephisto annahm. Ich hätte sollen Missbräuche nachspüren und noch obendrein sie aufdecken und sie namhaft machen, ich, der ich in England von Missbräuchen würde, gelebt haben. In England geboren wäre ich ein reicher Herzog gewesen, oder vielmehr ein Bischof mit jährlichen dreißigtausend Pfund Sterling Einkünfte. Recht hübsch, erwiderte ich, aber wenn Sie zufällig nicht das große Los, sondern eine Niete gezogen hätten. Es gibt so unendlich viele Nieten. Nicht jeder, mein allerbester, erwiderte Goethe, ist für das große Los gemacht. Glauben Sie denn, dass ich die These begangen haben würde, auf eine Niete zu fallen? Ich hätte vor allen Dingen die Partie der 39 Artikel ergriffen, ich hätte sie nach allen Seiten und Richtungen hin verfochten, besonders den Artikel 9, der für mich ein Gegenstand einer ganz besonderen Aufmerksamkeit und zärtlichen Hingebung gewesen sein würde. Ich hätte in Reimen und Prosa so lange und so viel geheuchelt und gelogen, dass meine 30.000 Pfund jährlich mir nicht hätten entgehen sollen. Und dann, einmal zu dieser Höhe gelangt, würde ich nichts unterlassen haben, mich oben zu erhalten. Besonders würde ich alles getan haben, die Nacht der Unwissenheit womöglich noch finster zu machen. Oh, wie hätte ich die gute, einfältige Masse gajulieren wollen, und wie hätte ich die liebe Schuljugend wollen zurichten lassen, damit ja niemand hätte wahrnehmen, ja nicht einmal den Mut hätte haben sollen zu bemerken, dass mein glänzender Zustand, auf der Basis der schändlichsten Missbräuche von dir sei. Bei ihnen versetzte ich hätte man doch wenigstens den Trost gehabt zu denken, dass sie durch ein vorzügliches Talent zu solcher Höhe gelangt. In England aber sind oft gerade die dümmsten und Unfähigsten im Genuss der höchsten irdischen Güter, die sie keineswegs dem eigenen Verdienst, sondern der Protektion, dem Zufall und vor allem der Geburt zu verdanken haben. Im Grunde, erwiderte Goethe, ist es gleich viel, ob einem die glänzenden Güter der Erde durch eigene Eroberung oder durch Erbschaft zufallen. Die ersten Besitzergreifer waren doch auf jeden Fall Leute von Genie, welche die Unwissenheit und Schwäche der andern sich zunutze machten. Die Welt ist so voller Schwachköpfe und Narren, dass man nicht nötig hat, sie im Tollhause zu suchen. Hierbei fällt mir ein, dass der verstorbene Großherzog, der meinen Widerwillen gegen Tollhäuser kannte, mich durch List und Überraschung einst in ein solches einführen wollte. Ich roch aber den Braten noch zeitig genug und sagte ihm, dass ich keineswegs ein Bedürfnis verspüre, auch noch diejenigen Narren zu sehen, die man einsperre, viel mir schon an denen vollkommen genug habe, die frei umhergehen. Ich bin sehr bereit, sagte ich, Eurer Hoheit, wenn es sein muß, in die Hölle zu folgen. Aber nur nicht in die Tollhäuser. Oh, welch ein Spaß würde es für mich sein, die neununddreißig Artikel auf meine Weise zu traktieren und die einfältige Masse in Erstaunen zu setzen. Auch ohne Bischof zu sein, sagte ich, könnten Sie sich dieses Vergnügen machen? Nein, Erwiderte Goethe, »ich werde mich ruhig verhalten, man muss sehr gut bezahlt sein, um so zu lügen. Ohne Aussicht auf die Bischofsmütze und meine 30.000 Pfund jährlich könnte ich mich nicht dazu verstehen. Übrigens habe ich schon ein Pröbchen in diesem Genre abgelegt. Ich habe als 16-jähriger Knabe ein dithyrambisches Gedicht über die Höllenfahrt Christi geschrieben, das sogar gedruckt aber nicht bekannt geworden, und das erst in diesen Tagen mir wieder in die Hände gekommen. Das Gedicht ist voll orthodoxer Borniertheit und wird mir als herrlicher Pass in den Himmel dienen. Nicht wahr, Riemer? Sie kennen es. Äh, nein, Exzellenz, erwiderte Riemer, ich kenne es nicht. Aber ich erinnere mich, dass Sie im ersten Jahr nach meiner Ankunft schwer krank waren und in ihrem Phantasieren mir einmal die schönsten Verse über denselbigen Gegenstand rezitierten. Es waren dies ohne Zweifel Erinnerungen aus jenem Gedicht ihrer frühen Jugend. Die Sache ist sehr wahrscheinlich, sagte Goethe, es ist mir ein Fall bekannt, wo ein alter Mann geringen Standes, der in den letzten Zügen lag, ganz unerwartet die schönsten griechischen Sentenzen rezitierte. Man war vollkommen überzeugt, daß dieser Mann kein Wort griechisch verstehe, und schrie daher Wunder über Wunder, ja, die Klugen fingen schon an, aus dieser Leichtgläubigkeit der Toren Vorteil zu ziehen, als man unglücklicherweise entdeckte, dass jener Alte in seiner frühen Jugend war genötigt worden, allerlei griechische Sprüche auswendig zu lernen, und zwar in Gegenwart eines Knaben von hoher Familie, den man durch sein Beispiel anzuspornen trachtete. Er hatte jenes wirklich klassische Griechisch ganz maschinenmäßig gelernt, ohne es zu verstehen, und hatte seit 50 Jahren nicht wieder daran gedacht, bis endlich in seiner letzten Krankheit jener Wortkram mit einem Mal wieder anfing, sich zu regen und lebendig zu werden. Goethe kam darauf mit derselbigen Malice und Ironie nochmals auf die enorme Besoldung der englischen hohen Geistlichkeit zurück und erzählte sodann sein Abenteuer mit dem Lord Bristol, Bischof von Derby. Lord Bristol, sagte Goethe, kam durch jener, wünschte meine Bekanntschaft zu machen und veranlasste mich, ihn eines Abends zu besuchen. Er gefiel sich darin, gelegentlich grob zu sein, wenn man ihm aber ebenso grob entgegentrat, so war er ganz traktabel. Er wollte mir im Laufe unseres Gesprächs eine Predigt über den Werther halten und es mir ins Gewissen schieben, dass ich dadurch die Menschen zum Selbstmord verleitet habe. Der Werther, sagte er, ist ein ganz unmoralisches, verdammungswürdiges Buch. Halt, rief ich, wenn ihr so über den armen Werther redet. Welchen Ton wollt ihr denn gegen die Großen dieser Erde anstimmen, die durch einen einzigen Federzug hunderttausend Menschen ins Feld schicken, wovon achtzigtausend sich töten und sich gegenseitig zum Mord, Brand und Plünderung anreizen? Ihr danket Gott nach solchen Gräueln und singet ein Te Deum darauf. Und ferner, wenn ihr durch eure Predigten über die Schrecken der Höllenstrafen die schwachen Seelen eurer Gemeinden ängstigt so dass sie darüber den Verstand verlieren und ihr armseliges Dasein zuletzt in einem Tollhaus endigen. Oder wenn ihr durch manche eurer orthodoxen, vor der Vernunft unhaltbaren Lehrsätze in die Gemüter eurer christlichen Zuhörer die verderbliche Saat des Zweifels säet, so dass diese halb starken, halb schwachen Seelen in einem Labyrinth sich verlieren, aus dem für sie kein Ausweg ist als der Tod. Was sagt ihr da zu euch selber, und welche Strafrede haltet ihr euch da? Ich dachte, ich hätte der Menschheit einen wirklichen Dienst geleistet und ihren Dank verdient, während ihr andern, ihr Priester und Fürsten, euch so Großes und Starkes erlaubt. Dieser Ausfall tat auf meinen Bischof eine herrliche Wirkung, er ward so sanft wie ein Lamm und benahm sich von nun an gegen mich, in unserer weiteren Unterhaltung mit der größten Höflichkeit und dem feinsten Takt. Ich verlebte darauf mit ihm einen sehr guten Abend, denn Lord Bristol, so grob er sein konnte, war ein Mann von Geist und Welt und durchaus fähig, in die verschiedenartigsten Gegenstände einzugehen. Bei meinem Abschied gab er mir das Geleit und ließ darauf durch seinen Abbe die Honneurs fortsetzen. Als ich mit diesem auf die Straße gelangt war, rief er mir zu O Herr von Goethe, wie vortrefflich haben Sie gesprochen, und wie haben Sie dem Lord gefallen und das Geheimnis verstanden, den Weg zu seinem Herzen zu finden. Mit etwas weniger Derbheit und Entschiedenheit würden Sie von Ihrem Besuch sicher nicht so zufrieden nach Hause gehen, wie Sie es jetzt tun. Sie haben wegen Ihres Werther allerlei zu ertragen gehabt, bemerkte ich. Ihr Abenteuer mit Lord Bristol erinnert mich an Ihre Unterredung mit Napoleon über diesen Gegenstand. War nicht auch Tyrone dabei? Er war zugegen, erwiderte Goethe. Ich hatte mich jedoch über Napoleon nicht zu beklagen. Er war äußerst lebenswürdig gegen mich und traktierte den Gegenstand, wie es sich von einem so grandiosen Geiste erwarten ließ. Vom Werther lenkte sich das Gespräch auf Romane und Schauspiele im Allgemeinen und ihre moralische oder unmoralische Wirkung auf das Publikum. Es müsste schlimm zugehen, sagte Goethe, wenn ein Buch unmoralischer wirken sollte als das Leben selber, das täglich der skandalösen Szenen im Überfluss, wo nicht vor unseren Augen doch vor unseren Ohren entwickelt. Selbst bei Kindern braucht man wegen der Wirkungen eines Buches oder Theaterstückes keineswegs so ängstlich zu sein. Das tägliche Leben ist, wie gesagt, lehrreicher als das wirksamste Buch. Aber doch, bemerkte ich, sucht man sich bei Kindern in Acht zu nehmen, dass man in ihrer Gegenwart nicht Dinge spricht, welche zu hören wir für sie nicht gut halten. Das ist recht löblich, erwiderte Goethe, und ich tue es selbst nicht anders. Allein ich halte diese Vorsicht durchaus für unnütz. Die Kinder haben, wie die Hunde, einen so scharfen und feinen Geruch, dass sie alles entdecken und auswittern und das Schlimme vor allem andern. Sie wissen auch immer ganz genau, wie dieser oder jener Hausfreund zu ihren Eltern steht, und da sie nun in der Regel noch keine Verstellung üben, so können sie uns als die trefflichsten Barometer dienen, um an ihnen den Grund unserer Gunst oder Ungunst bei den Ihrigen wahrzunehmen. Man hatte einst in der Gesellschaft schlecht von mir gesprochen, und zwar erschien die Sache für mich von solcher Bedeutung, dass mir sehr viel daran liegen musste zu erfahren, woher der Schlag kam. Im Allgemeinen war man hier überaus wohlwollend gegen mich gesinnt, ich dachte hin und her und konnte gar nicht herausbringen, von wem jenes gehässige Gerede könne ausgegangen sein. Mit einem Mal bekomme ich Licht. Es begegneten mir nämlich eines Tages in der Straße einige kleine Knaben meiner Bekanntschaft, die mich nicht grüßten, wie sie sonst zu tun pflegten. Dies war mir genug, und ich entdeckte auf dieser Fährte sehr bald, dass es ihre lieben Eltern waren, die ihre Zungen auf meine Kosten auf eine so arge Weise in Bewegung gesetzt hatten. Montag, den 29. März 1830. Abends einige Augenblicke bei Goethe, er schien sehr ruhig und heiter und in der mildesten Stimmung, ich fand ihn umgeben von seinem Enkel Wolf und Gräfin Caroline Egloffstein, seiner intimen Freundin, Wolf machte seinem lieben Großvater viel zu schaffen, er kletterte auf ihm herum und saß bald auf der einen Schulter, bald auf der anderen, Goethe erduldete alles mit der größten Zärtlichkeit, so unbequem das Gewicht des zehnjährigen Knaben seinem Alter auch sein mochte. Aber lieber Wolf, sagte die Gräfin, plage doch deinen guten Großvater nicht so entsetzlich, er muß ja von deiner Last ganz ermüdet werden. Das hat gar nichts zu sagen, erwiderte Wolf. Wir gehen bald zu Bette, und da wird der Großvater Zeit haben, sich von dieser Fatigue ganz vollkommen wieder auszuruhen. Sie sehen, nahm Goethe das Wort, dass die Liebe immer ein wenig impertinenter Natur ist. Das Gespräch wendete sich auf Kampe und dessen Kinderschriften. Ich bin mit Kampen, sagte Goethe, nur zweimal in meinem Leben zusammengetroffen. Nach einem Zwischenraum von vierzig Jahren sah ich ihn zuletzt in Karlsbad, ich fand ihn damals sehr alt, dürr, steif und abgemessen, er hatte sein ganzes Leben lang nur für Kinder geschrieben. Ich dagegen gar nichts für Kinder, ja nicht einmal für große Kinder von zwanzig Jahren. Auch konnte er mich nicht ausstehen, ich war ihm ein Dorn im Auge, ein Stein des Anstoßes, und er tat alles, um mich zu vermeiden doch fühlte das Geschick mich eines Tages ganz unerwartet an seine Seite, so dass er nicht umhin konnte, einige Worte an mich zu wenden. Ich habe, sagte er, vor den Fähigkeiten Ihres Geistes allen Respekt. Sie haben in verschiedenen Fächern eine erstaunliche Höhe erreicht. Aber sehen Sie, das sind alles Dinge, die mich nichts angehen, und auf die ich gar nicht den Wert legen kann, den andere Leute darauf legen. Diese etwas ungalante Freimütigkeit verdroß mich keineswegs und ich sagte ihm dagegen allerlei Verbindliches. Auch halte ich in der Tat ein großes Stück auf Kampe. Er hat den Kindern unglaubliche Dienste geleistet. Er ist ihr Entzücken und sozusagen ihr Evangelium. Bloß wegen zwei oder drei ganz schrecklicher Geschichten, die er nicht bloß die Ungeschicklichkeit gehabt hat zu schreiben, sondern auch in seiner Sammlung für Kinder mit aufzunehmen, möchte ich ihn ein wenig gezüchtigt sehen. Warum sollte man die heitere, frische, unschuldige Fantasie der Kinder so ganz unnötigerweise mit den Eindrücken solcher Gräuel belasten? Montag, den 5. April 1830. Es ist bekannt, dass Goethe kein Freund von Brillen ist. Es mag eine Wunderlichkeit von mir sein, sagt er mir bei wiederholten Anlässen, aber ich kann es einmal nicht überwinden. So wie ein Fremder mit der Brille auf der Nase zu mir hereintritt, kommt sogleich eine Verstimmung über mich, der ich nicht Herr werden kann. Es geniert mich so sehr, dass es einen großen Teil meines Wohlwollens sogleich auf der Schwelle hinwegnimmt und meine Gedanken so verdirbt, dass an eine unbefangene natürliche Entwicklung meines eigenen Innern nicht mehr zu denken ist. Es macht mir immer den Eindruck des Desobliganten, ungefähr so, als wollte ein Fremder mir bei der ersten Begrüßung sogleich eine Grobheit sagen. Ich empfinde dieses noch stärker, nachdem ich seit Jahren es habe drucken lassen, wie fatal mir die Brillen sind. Kommt nun ein Fremder mit der Brille, so denke ich gleich, er hat deine neuesten Gedichte nicht gelesen. Und das ist schon ein wenig zu seinem Nachteil. Oder er hat sie gelesen. Er kennt deine Eigenheit und setzt sich darüber hinaus. Und das ist noch schlimmer. Der einzige Mensch, bei dem die Brille mich nicht geniert, ist Zelter. Bei allen anderen ist sie mir fatal. Es kommt mir immer vor, als sollte ich den Fremden zum Gegenstand genauer Untersuchung dienen, und das wollten sie durch ihre gewaffneten Blicke in mein geheimstes Innere dringen und jedes Fältchen meines alten Gesichtes erspähen. Während Sie aber so meine Bekanntschaft zu machen suchen, stören Sie alle billige Gleichheit zwischen uns, indem Sie mich hindern, zu meiner Entschädigung auch die Ihrige zu machen. Denn was habe ich von einem Menschen, dem ich bei seinen mündlichen Äußerungen nicht ins Auge sehen kann und dessen Seelenspiegel durch ein paar Gläser, die mich blendend verschleiert sind, es hat jemand bemerken wollen, versetzte ich, dass das Brillentragen die Menschen dünkelhaft mache, indem die Brille sie auf eine Stufe sinnlicher Vollkommenheit hebe, die weit über das Vermögen ihrer eigenen Natur erhaben, wodurch denn zuletzt sich die Täuschung bei ihnen einschleiche, dass diese künstliche Höhe die Kraft ihrer eigenen Natur sei. Die Bemerkung ist sehr artig, erwiderte Goethe, sie scheint von einem Naturforscher herzurühren. Doch genau besehen ist sie nicht haltbar. Denn wäre es wirklich so, so müssten ja alle blinden, sehr bescheidene Menschen sein, dagegen alle mit trefflichen Augen begabten dünkelhaft. Dies ist aber durchaus nicht so. Vielmehr finden wir, dass alle geistig wie körperlich durchaus naturkräftig ausgestatteten Menschen in der Regel die bescheidensten sind, dagegen alle besonders geistig verfehlten, weit eher einbilderischer Art. Es scheint, dass die gütige Natur allen denen, die bei ihr in höherer Hinsicht zu kurz gekommen sind, die Einbildung und den Dünkel als versöhnendes Ausgleichs- und Ergänzungsmittel gegeben hat. Übrigens sind Bescheidenheit und Dünkel sittliche Dinge so geistiger Art, dass sie wenig mit dem Körper zu schaffen haben. Bei Bornierten und Geistig Dunklen findet sich der Dünkel, bei Geistig Klaren und Hochbegabten aber findet er sich nie. Bei solchen findet sich höchstens ein freudiges Gefühl ihrer Kraft. Da aber diese Kraft wirklich ist, so ist dieses Gefühl auch alles andere, aber kein Dünkel. Wir unterhielten uns noch über verschiedene andere Gegenstände und kamen zuletzt auch auf das Chaos dieser von Frau von Goethe geleiteten weimarischen Zeitschrift, woran nicht bloß hiesige deutsche Herren und Damen, sondern vorzüglich auch die hier sich aufhaltenden jungen Engländer, Franzosen und andere Fremdlinge teilnehmen, so dass denn fast jede Nummer ein Gemisch fast aller bekanntesten europäischen Sprachen darbietet. Es ist doch hübsch von meiner Tochter, sagte Goethe, und man muss sie loben und es ihr Dank wissen, dass sie das höchst originelle Journal zustande gebracht und die einzelnen Mitglieder unserer Gesellschaft so in Anregung zu erhalten weiß, dass es doch nun bald ein Jahr besteht. Es ist freilich nur ein dilettantischer Spaß, und ich weiß recht gut, dass nichts Großes und Dauerhaftes dabei herauskommt. Allein es ist doch artig und gewissermaßen ein Spiegel der geistigen Höhe unserer jetzigen weimarischen Gesellschaft. Und dann, was die Hauptsache ist, es gibt unseren jungen Herren und Damen, die oft gar nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen, etwas zu tun, auch haben sie dadurch einen geistigen Mittelpunkt, der ihnen Gegenstände der Besprechung und Unterhaltung bietet und sie also gegen den ganz nichtigen und hohlen Klatsch schützet. Ich lese jedes Blatt, so wie es frisch aus der Presse kommt, und kann sagen, dass es mir im Ganzen noch nichts Ungeschicktes vorgekommen ist. Vielmehr mitunter sogar einiges recht Hübsche. Was wollen Sie zum Beispiel gegen die Elegie der Frau von bechtolsheim auf den Tod der Frau Großherzogin Mutter einwenden? Ist das Gedicht nicht sehr artig? Das einzige, was ich gegen dieses, sowie wie gegen das meiste unserer jungen Damen und Herren sagen ließe, wäre etwa, dass sie gleich zu saftreichen Bäumen, die eine Menge Schmarotzer-Schößlinge treiben, einen Überfluss von Gedanken und Empfindungen haben, deren sie nicht Herr sind, so dass sie sich selten zu beschränken und da aufzuhören wissen, wo es gut wäre. Dieses ist auch der Frau von Bechtolzheim passiert, um einen Reim zu bewahren, hatte sie einen anderen Vers hinzugefügt, der dem Gedicht durchaus zum Nachteil gereichte, ja, es gewissermaßen verdarb. Ich sah diesen Fehler im Manuskript und konnte ihn noch zeitig genug ausmerzen. Man muss ein alter Praktikus sein, fügte er lachend hinzu, um das Streichen zu verstehen. Schiller war hierin besonders groß. Ich sah ihn einmal bei Gelegenheit seines musen ein pompöses Gedicht von 22 Strophen auf sieben reduzieren. Und zwar hatte das Produkt durch diese furchtbare Operation keineswegs verloren. Vielmehr enthielten diese sieben Strophen noch alle guten und wirksamen Gedanken jener 22. Montag, den 19. April 1830 Goethe erzählte mir von dem Besuch zweier Russen, die heute bei ihm gewesen. Es waren im ganzen recht hübsche Leute, sagte er, aber der eine zeigte sich mir nicht eben liebenswürdig, indem er während der ganzen Visite kein einziges Wort hervorbrachte. Er kam mit einer stummen Verbeugung herein, öffnete während seiner Anwesenheit nicht die Lippen und nahm nach einem halben Stündchen mit einer stummen Verbeugung wieder Abschied. Er schien bloß gekommen zu sein, um mich anzusehen und zu beobachten. Er ließ, während ich ihm gegenüber saß, seine Blicke nicht von mir. Das enuierte mich, weshalb ich denn anfing, das tollste Zeug hin und her zu schwatzen, so wie es mir gerade in den Kopf fuhr. Ich glaube, ich hatte die Vereinigten Staaten von Nordamerika mir zum Thema genommen, das ich auf die leichtsinnigste Weise behandelte und davon sagte, dass ich wusste, was ich nicht wusste, immer gerade in den Tag hinein. Das schien aber meinen beiden Fremden eben recht zu sein, denn sie verließen mich dem Anschein nach durchaus nicht unzufrieden. Donnerstag, den 22. April 1830. Bei Goethe zu Tisch, Frau von Goethe war gegenwärtig und die Unterhaltung angenehm belebt, doch ist mir davon wenig oder nichts geblieben, Während der Tafel ließ ein durchreisender Fremder sich melden, mit dem Bemerken, dass er keine Zeit habe, sich aufzuhalten und morgen früh wieder abreisen müsse. Goethe ließ ihm sagen, dass er sehr bedauere, heute niemanden sehen zu können, vielleicht aber morgen Mittag. Ich denke, fügte er lächelnd hinzu, das wird genug sein. Zu gleicher Zeit aber versprach er seiner Tochter, dass er den Besuch des von ihr empfohlenen jungen Henning nach Tisch erwarten wolle, und zwar in Rücksicht seiner braunen Augen, die denen seiner Mutter gleichen sollten. Mittwoch, den 12. Mai 1830 Vor Goethes Fenster stand ein kleiner, bronzener Moses, eine Nachbildung des berühmten Originals von Michelangelo die Arme erschienen mir im Verhältnis zum übrigen Körper zu lang und zu stark, welche meine Meinung ich gegen Goethe offen ausbrach. Aber die beiden schweren Tafeln mit den zehn Geboten, rief er lebhaft, glaubt ihr denn, dass es eine Kleinigkeit war, die zu tragen, und glaubt ihr denn ferner, dass Moses, der eine Armee Juden zu kommandieren und zu bändigen hatte, sich mit ganz ordinären Armen hätte begnügen können. <lacht> Goethe lachte, indem er dieses sagte, so dass ich nicht erfuhr, ob ich wirklich Unrecht hatte, oder ob er sich mit der Verteidigung seines Künstlers nur einen Spaß machte. Montag, den 2. August 1830, die Nachrichten von der begonnenen Julirevolution gelangten heute nach Weimar und setzten alles in Aufregung. Ich ging im Laufe des Nachmittags zu Goethe. Nun, rief er mir entgegen, was denken Sie von dieser großen Begebenheit? Der Vulkan ist zum Ausbruch gekommen, alles steht in Flammen, und es ist nicht ferner eine Verhandlung bei geschlossenen Türen. Eine furchtbare Geschichte, erwiderte ich. Aber was ließe sich bei den bekannten Zuständen und bei einem solchen Ministerium anders erwarten, als dass man mit der Vertreibung der bisherigen königlichen Familie endigen würde? Wir scheinen uns nicht zu verstehen, mein allerbester, erwiderte Goethe. Ich rede gar nicht von jenen Leuten, es handelt sich bei mir um ganz andere Dinge. Ich rede von dem in der Akademie zum öffentlichen Ausbruch gekommenen, für die Wissenschaft so höchst bedeutenden Streit zwischen Cuvier und Javrois de Saint Hilaire. Diese Äußerung Goethes war mir so unerwartet, dass ich nicht wusste, was ich sagen sollte, und dass ich während einiger Minuten einen völligen Stillstand in meinen Gedanken verspürte. Die Sache ist von der höchsten Bedeutung, fuhr Goethe fort, und Sie können sich keinen Begriff machen, was ich bei der Nachricht von der Sitzung des 19. Juli empfinde. Wir haben jetzt an Geoffroy de Saint-Hilaire einen mächtigen Alliierten auf die Dauer. Ich sehe aber zugleich daraus, wie groß die Teilnahme der französischen wissenschaftlichen Welt an dieser Angelegenheit sein muss indem trotz der furchtbaren politischen Aufregung die Sitzung des 19. Juli dennoch bei einem gefüllten Hause stattfand. Das Beste aber ist, dass die von Jaffroy in Frankreich eingeführte synthetische Behandlungsweise der Natur jetzt nicht mehr rückgängig zu machen ist. Die Angelegenheit ist durch die freien Diskussionen in der Akademie, und zwar in Gegenwart eines großen Publikums, jetzt öffentlich geworden. Sie lässt sich nicht mehr an geheime Ausschüsse verweisen und bei geschlossenen Türen abtun und unterdrücken. Von nun an wird auch in Frankreich bei der Naturforschung der Geist herrschen und über die Materie Herr sein. Man wird Blicke in große Schöpfungsmaximen tun, in die geheimnisvolle Werkstatt Gottes. Was ist auch im Grunde aller Verkehr mit der Natur, wenn wir auf analytischem Wege bloß mit einzelnen materiellen Teilen uns zu schaffen machen und wir nicht das Atmen des Geistes empfinden, der jedem Teile die Richtung vorschreibt und jede Ausschweifung durch ein innewohnendes Gesetz bändigt oder sanktioniert? Ich habe mich seit 50 Jahren in dieser großen Angelegenheit abgemüht, anfänglich einsam, dann unterstützt und zuletzt zu meiner großen Freude überragt durch verwandte Geister. Als ich mein erstes Aperçu vom Zwischenknochen an Peter Kemper schickte, fand ich zu meiner innigsten Betrübnis völlig ignoriert. Mit Blumenbach ging es mir nicht besser, obgleich er nach persönlichem Verkehr auf meine Seite trat. Dann aber gewann ich Gleichgesinnte an Sömmering, Ocken, Dalton, Carus und anderen gleichtrefflichen Männern. Jetzt ist nun auch Davor de Saint-Hilaire entschieden auf unserer Seite und mit ihm alle seine bedeutenden Schüler und Anhänger Frankreichs. Dieses Ereignis ist für mich von ganz unglaublichem Wert, und ich juble mit Recht über den endlich erlebten allgemeinen Sieg einer Sache, der ich mein Leben gewidmet habe und die ganz vorzüglich auch die meinige ist. Sonnabend den 21. August 1830. Ich empfahl Goethen einen hoffnungsvollen jungen Menschen, er versprach etwas für ihn zu tun, doch schien er wenig Vertrauen zu haben. Wer, wie ich, sagte er, ein ganzes Leben lang kostbare Zeit und Geld mit der Protektion junger Talente verloren hat, und zwar Talente, die anfänglich die höchsten Hoffnungen erweckten, aus denen aber am Ende gar nichts geworden ist, dem muß wohl der Enthusiasmus und die Lust in solcher Richtung zu wirken nach und nach vergehen. Es ist nun an euch jüngeren Leuten, den Mäzen zu spielen und meine Rolle zu übernehmen. Ich verglich bei dieser Äußerung Goethes die täuschenden Versprechungen der Jugend mit Bäumen, die doppelte Blüten, aber keine Früchte tragen. Mittwoch, den 13. Oktober 1830. Goethe zeigte mir Tabellen, wohinein er in lateinischer und deutscher Sprache viele Namen von Pflanzen geschrieben hatte, um sie auswendig zu lernen. Er sagte mir, dass er ein Zimmer gehabt, das ganz mit solchen Tabellen austapeziert gewesen und worin er an den Wänden umhergehend studiert und gelernt habe. Es tut mir leid, fügte er hinzu, dass es später überweist worden. Auch hatte ich ein anderes, das mit chronologischen Notizen meiner Arbeiten während einer langen Reihe von Jahren geschrieben war und worauf ich das Neueste immer nachtrug. Auch dieses ist leider übertüncht worden, welches ich nicht wenig bedaure, indem es mir gerade jetzt herrliche Dienste tun könnte. Mittwoch, den 20. Oktober 1830. Ein Stündchen bei Goethe, um mit ihm im Auftrag der Frau Großherzogin wegen eines silbernen Wappenschildes Rücksprache zu nehmen, das der Prinz der hiesigen Armbrustschützengesellschaft verehren soll, deren Mitglied er geworden. Unsere Unterhaltung wendete sich bald auf andere Dinge und Goethe bat mich, ihm meine Meinung über die Saint-Simonisten zu sagen. Die Hauptrichtung ihrer Lehre, erwiderte ich, scheint dahin zu gehen, dass jeder für das Glück des Ganzen arbeiten solle, als unerlässliche Bedingung seines eigenen Glücks. Ich dächte, erwiderte Goethe, jeder müsse bei sich selber anfangen und zunächst sein eigenes Glück machen, woraus denn zuletzt das Glück des Ganzen unfehlbar entstehen wird übrigens erscheint jene lehre mir durchaus unpraktisch und unausführbar sie widerspricht aller natur aller erfahrung und allem gang der dinge seit jahrtausenden wenn jeder nur als einzelner seine pflicht tut und jeder nur in dem kreise seines nächsten berufes brav und tüchtig ist so wird es um das wohl des ganzen gut stehen ich habe in meinem Beruf als Schriftsteller nie gefragt, was will die große Masse und wie nütze ich dem Ganzen, sondern ich habe immer nur dahin getrachtet, mich selbst einsichtiger und besser zu machen, den Gehalt meiner eigenen Persönlichkeit zu steigern und dann immer nur auszusprechen, was ich als gut und wahr erkannt habe. Dieses hat freilich, wie ich nicht leugnen will, in einem großen Kreis gewirkt und genützt, aber dies war nicht Zweck, sondern ganz notwendige Folge, wie sie bei allen Wirkungen natürlicher Kräfte stattfindet. Hätte ich als Schriftsteller die Wünsche des großen Haufens mir zum Ziel machen und diese zu befriedigen trachten wollen, so hätte ich ihnen Histörchen erzählen und sie zum Besten haben müssen, wie der selige Kotzebu getan. Dagegen ist nichts zu sagen, erwiderte ich. Es gibt aber nicht bloß ein Glück, was ich als einzelnes Individuum, sondern auch ein solches, was ich als Staatsbürger und Mitglied einer großen Gesamtheit genieße. Wenn man nun die Erreichung des möglichen Glückes für ein ganzes Volk nicht zum Prinzip macht, von welcher Basis soll da die Gesetzgebung ausgehen? Wenn Sie da hinaus wollen, erwiderte Goethe, so habe ich freilich gar nichts einzuwenden. In solchem Fall könnten aber nur sehr wenige Auserwählte von ihrem Prinzip Gebrauch machen. Es wäre nur ein Rezept für Fürsten und Gesetzgeber, wiewohl es mir auch da will, als ob die Gesetze mehr trachten müssten, die Masse der Übel zu vermindern, als sich anmaßen zu wollen, die Masse des Glückes herbeizuführen. Beides, entgegnete ich, würde wohl ziemlich auf eins hinauskommen. Schlechte Wege erscheinen mir zum Beispiel als ein großes Übel. Wenn nun der Fürst in seinem Staate bis auf die letzte Dorfgemeinde gute Wege einführt, so ist nicht bloß ein großes Übel gehoben, sondern zugleich für sein Volk ein großes Glück erreicht. Ferner ist eine langsame Justiz ein großes Unglück. Wenn aber der Fürst durch Anordnung eines öffentlichen, mündlichen Verfahrens seinem Volke eine rasche Justiz gewährt, so ist abermals nicht bloß ein großes Übel beseitigt, sondern abermals ein großes Glück da. Aus diesem Tone, fiel Goethe ein, wollte ich euch noch ganz andere Lieder pfeifen, aber wir wollen noch einige Übel unangedeutet lassen, damit der Menschheit etwas bleibe, woran sie ihre Kräfte ferner entwickle. Meine Hauptlehre aber ist vorläufig diese: Der Vater sorge für sein Haus, der Handwerker für seine Kunden, der Geistliche für gegenseitige Liebe und die Polizei störe die Freude nicht. Dienstag, den 4. Januar 1831. Ich durchblätterte mit Goethe einige Hefte, Zeichnungen meines Freundes Töpfer in Genf. Dessen Talent als Schriftsteller wie als bildender Künstler gleich groß ist, der es aber bis jetzt vorzuziehen scheint, die lebendigen Anschauungen seines Geistes durch sichtbare Gestalten statt durch flüchtige Worte auszudrücken. Das Heft, welches in leichten Federzeichnungen die Abenteuer des Dr. Festus enthielt, machte vollkommen den Eindruck eines komischen Romans und gefiel Goethe ganz besonders. Es ist wirklich zu toll, rief er von Zeit zu Zeit, indem er ein Blatt nach dem anderen umwendete. Es funkelt alles von Talent und Geist. Einige Blätter sind ganz unübertrefflich. Wenn er künftig einen weniger frivolen Gegenstand wählte und sich noch ein bisschen mehr zusammennähme, so würde er Dinge machen, die über alle Begriffe wären. Man hat ihn mit Rabelais vergleichen und ihm vorwerfen wollen, bemerkte ich, dass er jene nachgeahmt und von ihm Ideen entlehnt habe. Die Leute wissen nicht, was sie wollen, erwiderte Goethe. Ich finde durchaus nichts von dergleichen. Töpfer scheint mir im Gegenteil ganz auf eigenen Füßen zu stehen und so durchaus originell zu sein, wie mir nur je ein Talent vorgekommen. Montag, den 17. Januar 1831. Ich fand Coudray bei Goethe in Betrachtung architektonischer Zeichnungen. Ich hatte ein Fünf-Franken-Stück von 1830 mit dem Bildnis Karls X. bei mir, das ich vorzeigte. Goethe scherzte über den zugespitzten Kopf. Das Organ der Religiosität erscheint bei ihm sehr entwickelt, bemerkte er. Ohne Zweifel hat er aus übergroßer Frömmigkeit nicht für nötig gehalten, seine Schuld zu bezahlen. Dagegen sind wir sehr tief in die Seinige geraten, indem wir es seinem Geniestreich verdanken, dass man jetzt in Europa so bald nicht wieder zur Ruhe kommen wird. Wir sprachen darauf über Rouge et Noir, welches Goethe für das beste Werk von Stendhal hält. Doch kann ich nicht leugnen, fügt er hinzu, dass einige seiner Frauencharaktere ein wenig zu romantisch sind, indes zeugen sie alle von großer Beobachtung und psychologischem Tiefblick, so dass man denn dem Autor einige Unwahrscheinlichkeiten des Details gerne verzeihen mag. Sonntag den 23. Januar 1831 mit dem Prinzen bei Goethe. Seine Enkel amüsieren sich mit Taschenspielerkunststückchen, worin besonders Walter geübt ist. Ich habe nichts dawider, sagte Goethe, dass die Knaben ihre müßigen Stunden mit solchen Torheiten ausfüllen. Es ist besonders in Gegenwart eines kleinen Publikums ein herrliches Mittel zur Übung in freier Rede und Erlangung einiger körperlichen und geistigen Gewandtheit woran wir Deutschen ohnehin keinen Überfluss haben. Der Nachteil allenfalls entstehender kleiner Eitelkeit wird durch solchen Gewinn vollkommen aufgewogen. Auch sorgen schon die Zuschauer für die Dämpfung solcher Regungen, bemerkte ich, indem sie dem kleinen Künstler gewöhnlich sehr scharf auf die Finger sehen und schadenfroh genug sind, seine Fehlgriffe zu verhöhnen, und seine kleinen Geheimnisse zu seinem Verdruss öffentlich aufzudecken. Es geht Ihnen wie den Schauspielern, versetzte Goethe, die heute gerufen und morgen gepfiffen werden, wodurch denn alles im schönsten Gleise bleibt. Donnerstag, den 10. März 1831 diesen Mittag ein halbes Stündchen bei Goethe, ich hatte ihm die Nachricht zu bringen, dass die Frau Großherzogin beschlossen habe, der Direktion des hiesigen Theaters ein Geschenk von tausend Talern zustellen zu lassen, um zur Ausbildung hoffnungsvoller junger Talente verwandt zu werden. Diese Nachricht machte Goethen, dem das fernere Gedeihen des Theaters am Herzen liegt, sichtbare Freude. So dann hatte ich einen Auftrag anderer Art mit ihm zu bereden. Es ist nämlich die Absicht der Frau Großherzogin, den jetzigen besten deutschen Schriftsteller insofern er ohne Amt und Vermögen wäre und bloß von den Früchten seines Talents leben müsste, nach Weimar berufen zu lassen und ihm hier eine sorgenfreie Lage zu bereiten, der Gestalt, dass er die gehörige Muße fände, jedes seiner Werke zu möglichster Vollendung heranreifen zu lassen und nicht in den traurigen Fall käme, aus Not flüchtig und übereilt zu arbeiten, zum Nachteil seines eigenen Talents und der Literatur. Die Intention der Frau Großherzogin, erwiderte Goethe, ist wahrhaft fürstlich, und ich beuge mich vor ihrer edlen Gesinnung. Allein es wird sehr schwer halten, irgendeine passende Wahl zu treffen. Die vorzüglichsten unserer jetzigen Talente sind bereits durch Anstellung im Staatsdienst, Pensionen oder eigenes Vermögen in einer sorgenfreien Lage. Auch passt nicht jeder hierher, und nicht jedem wäre wirklich damit geholfen. Ich werde indes die edle Absicht im Auge behalten und sehen, was die nächsten Jahre uns etwa Gutes bringen. Donnerstag, den 31. März 1831. Goethe war in der letzten Zeit abermals sehr unwohl, so dass er nur seine vertrautesten Freunde bei sich sehen konnte. Vor einigen Wochen musste ihm ein Aderlass verordnet werden, dann zeigten sich Beschwerden und Schmerzen im rechten Bein, bis denn zuletzt sein inneres Übel durch eine Wunde am Fuß sich Luft machte, worauf sehr schnelle Besserung erfolgte. Auch diese Wunde ist nun seit einigen Tagen wieder heil, und er ist wieder heiter und graziös wie vorher. Heute hatte die Frau Großherzogin ihm einen Besuch gemacht und kam sehr zufrieden von ihm zurück. Sie hatte nach seinem Befinden gefragt, worauf er denn sehr galant geantwortet, dass er bis heute seine Genesung noch nicht gespürt, dass aber ihre Gegenwart ihm das Glück der wiedererlangten Gesundheit aufs Neue empfinden lasse. Donnerstag, den 14. April 1831. Soare beim Prinzen, einer der älteren anwesenden Herren, der sich noch mancher Dinge aus den ersten Jahren von Goethes Hiersein erinnerte, erzählte uns folgendes sehr charakteristische. Ich war dabei, sagte er, als Goethe im Jahre 1784 seine bekannte Rede bei der feierlichen Eröffnung des Ilmenauer Bergwerks hielt, wozu er alle Beamten und Interessenten aus der Stadt und Umgebung eingeladen hatte. Er schien seine Rede gut im Kopf zu haben, denn er sprach eine Zeit lang ohne allen Anstoß und vollkommen geläufig. Mit einem Mal aber schien er wie von seinem guten Geist gänzlich verlassen, der Faden seiner Gedanken war wie abgeschnitten und er schien den Überblick des ferner zu Sagenden gänzlich verloren zu haben dies hätte jeden andern in große Verlegenheit gesetzt, ihn aber keineswegs. Er blickte vielmehr wenigstens zehn Minuten lang fest und ruhig in dem Kreis seiner zahlreichen Zuhörer umher, die durch die Macht seiner Persönlichkeit wie gebannt waren, so dass während der sehr langen, ja fast lächerlichen Pause jeder vollkommen ruhig blieb. Endlich schien er wieder Herr seines Gegenstandes, Geworden zu sein, er fuhr in seiner Rede fort und führte sie sehr geschickt ohne Anstoß bis zu Ende, und zwar so frei und heiter, als ob gar nichts passiert wäre. Montag, den 20. Juni 1831. Diesen Nachmittag ein halbes Stündchen bei Goethe, den ich noch bei Tisch fand. Wir verhandelten über einige Gegenstände der Naturwissenschaft, besonders über die Unvollkommenheit und Unzulänglichkeit der Sprache, wodurch Irrtümer und falsche Anschauungen verbreitet würden, die später so leicht nicht wieder zu überwinden wären. Die Sache ist ganz einfach diese, sagte Goethe, alle Sprachen sind aus naheliegenden menschlichen Bedürfnissen, menschlichen Beschäftigungen und allgemein menschlichen Empfindungen und Anschauungen entstanden. Wenn nun ein höherer Mensch über das geheime Wirken und Walten der Natur eine Ahnung und Einsicht gewinnt, so reicht seine ihm überlieferte Sprache nicht hin, um ein solches von menschlichen Dingen durchaus fernliegende auszudrücken. Es müsste ihm die Sprache der Geister zu Gebote stehen, um seinen eigentümlichen Wahrnehmungen zu genügen. Da dieses aber nicht ist, so muß er bei seiner Anschauung ungewöhnlicher Naturverhältnisse stets nach menschlichen Ausdrücken greifen, wobei er denn fast überall zu kurz kommt, sein Gegenstand herabzieht oder wohl gar verletzt und vernichtet. Wenn Sie das sagen, erwiderte ich, der sie doch ihren Gegenständen jedesmal sehr scharf auf den Leib gehen und als Feind aller Phrase für ihre höheren Wahrnehmungen stets den bezeichnendsten Ausdruck zu finden wissen. So will das etwas heißen. Ich dächte aber, wir Deutschen könnten überhaupt noch allenfalls zufrieden sein. Unsere Sprache ist so außerordentlich reich ausgebildet und fortbildungsfähig, dass wenn wir auch mitunter zu einem Tropus unserer Zuflucht nehmen müssen, wir doch ziemlich nah an das eigentlich Auszusprechen herankommen. Die Franzosen aber stehen gegen uns sehr im Nachteil. Bei ihnen wird der Ausdruck eines angeschauten höheren Naturverhältnisses durch einen gewöhnlich aus der Technik hergenommenen Topus sogleich materiell und gemein, so daß er den höheren Anschauungen keineswegs mehr genügt. Wie sehr Sie recht haben, fiel Goethe ein, ist mir noch neulich bei dem Streit zwischen Cuvier und Geoffroy de Saint Hilaire vorgekommen. Geoffroy de Saint Hilaire ist ein Mensch, der wirklich in das geistige Walten und Schaffen der Natur eine hohe Einsicht hat. Allein seine französische Sprache, insofern er sich herkömmliche Ausdrücke zu bedienen gezwungen ist, lässt ihn durchaus im Stich und zwar nicht bloß bei geheimnisvoll geistigen, sondern auch bei ganz sichtbaren, rein körperlichen Gegenständen und Verhältnissen. Will er die einzelnen Teile eines organischen Wesens ausdrücken, so hat er dafür kein anderes Wort als Materialien, wodurch denn zum Beispiel die Knochen, welche als gleichartige Teile des organische Ganze eines Armes bilden, mit den Steinen, Balken und Brettern, woraus man ein Haus macht, auf eine Stufe des Ausdrucks kommen. Ebenso ungehörig, fuhr Goethe fort, gebrauchen die Franzosen, wenn sie von Erzeugnissen der Natur reden, den Ausdruck Komposition. Ich kann aber wohl die einzelnen Teile einer stückweise gemachten Maschine zusammensetzen und bei einem solchen Gegenstande von Komposition reden, aber nicht, wenn ich die einzelnen lebendig sich bildenden und von einer gemeinsamen Seele durchdrungenen Teile eines organischen Ganzen im Sinn habe es will mir sogar scheinen, versetzte ich, als ob der ausdruck komposition auch bei echten erzeugnissen der kunst und poesie ungehörig und herabwürdigend wäre. "es ist ein ganz niederträchtiges wort," erwiderte goethe, "dass wir den franzosen zu danken haben und dass wir so bald wie möglich wieder loszuwerden suchen sollten. Wie kann man sagen, Mozart habe seinen Don Juan komponiert, Komposition, als ob es ein Stück Kuchen oder Biskuit wäre, das man aus Eiern, Mehl und Zucker zusammenrührt? Eine geistige Schöpfung ist es, das Einzelne wie das Ganze aus einem Geiste und Guss und von dem Hauche eines Lebens durchdrungen, wobei der Produzierende keineswegs versuchte, und stückelte und nach Willkür verfuhr, sondern wobei der dämonische Geist seines Genies ihn in der Gewalt hatte, so dass er ausführen mußte, was jener gebot. Montag, den 27. Juni 1831. Wir sprachen über Victor Hugo. Er ist ein schönes Talent, sagte Goethe, aber ganz in der unselig romantischen Richtung seiner Zeit befangen, wodurch er denn neben dem Schönen auch das allerunerträglichste und hässlichste darzustellen verführt wird. Ich habe in diesen Tagen seine Notre Dame de Paris gelesen und nicht geringe Geduld gebraucht, um die Qualen auszustehen, die diese Lektüre mir gemacht hat. Es ist das abscheulichste Buch, das je geschrieben worden. Auch wird man für die Folterqualen, die man auszustehen hat, nicht einmal durch die Freude entschädigt, die man etwa an der dargestellten Wahrheit menschlicher Natur und menschlicher Charaktere entwinden könnte. Sein Buch ist im Gegenteil ohne alle Natur und ohne alle Wahrheit. Seine vorgeführten sogenannten handelnden Personen sind keine Menschen mit lebendigem Fleisch und Blut, sondern elende, hölzerne Puppen, mit denen er umspringt, wie er Belieben hat, und die er allerlei Verzerrungen und Fratzen machen lässt, so wie er es für seine beabsichtigten Effekte eben braucht. Was ist das aber für eine Zeit, die ein solches Buch nicht allein möglich macht und hervorruft, sondern es sogar erträglich und ergötzlich findet. Donnerstag, den 14. Juli 1831 Ich begleitete mit dem Prinzen, seiner Majestät, den König von Württemberg zu Goethe. Der König schien bei unserer Zurückkunft sehr befriedigt und trug mir auf, Goethen für das Vergnügen zu danken, das dieser Besuch ihm gemacht habe. Freitag, den 15. Juli 1839, einen Augenblick bei Goethe, dem ich meine gestrige Kommission des Königs ausrichtet. Ich fand ihn beschäftigt in Studien in Bezug auf die Spiraltendenz der Pflanzen, von welcher neuen Entdeckung er der Meinung ist, dass sie sehr weit führen und auf die Wissenschaft großen Einfluss ausüben werde. »Es geht doch nichts über die Freude,« fügt er hinzu, »die uns das Studium der Natur gewährt.« ihre Geheimnisse sind von einer unergründlichen Tiefe, aber es ist uns Menschen erlaubt und gegeben, immer weitere Blicke hineinzutun. Und gerade, dass sie am Ende doch unergründlich bleibt, hat für uns einen ewigen Reiz, immer wieder zu ihr heranzugehen und immer wieder neue Einblicke und neue Entdeckungen zu versuchen. Mittwoch, den 20. Juli 1831. Nach Tisch ein halbes Stündchen bei Goethe, den ich sehr heiterer, milder Stimmung fand. Wir sprachen über allerlei Dinge, zuletzt auch über Karlsbad, und er scherzte über die mancherlei Herzensabenteuer, die er da selbst erlebt. Eine kleine Liebschaft, sagt er, ist das Einzige, was uns einen Badeaufenthalt erträglich machen kann, sonst stirbt man vor Langerweile. Auch war ich fast jedes Mal so glücklich, dort irgendeine kleine Wahlverwandtschaft zu finden, die mir während der wenigen Wochen einige Unterhaltung gab. Besonders erinnere ich mich eines Falles, der mir noch jetzt Vergnügen macht. Ich besuchte nämlich eines Tages Frau von der Recke. Nachdem wir uns eine Weile nicht sonderlich unterhalten und ich wieder Abschied genommen hatte, begegnete mir im Hinausgehen eine Dame mit zwei sehr hübschen jungen Mädchen. Wer war der Herr, der soeben von Ihnen ging? fragte die Dame. Es war Goethe, antwortete Frau von Recke. Oh, wie leid es mir tut, erwiderte die Dame, dass er nicht geblieben ist und dass ich nicht das Glück gehabt habe, seine Bekanntschaft zu machen. Oh, daran haben Sie durchaus nichts verloren, meine Liebe, sagte die Recke. Er ist langweilig unter Damen, es sei denn, daß Sie hübsch genug wären, ihm einiges Interesse einzuflößen. Frauen unseres Alters dürfen nicht daran denken, ihn beredt und lebenswürdig zu machen. Als die beiden Mädchen mit ihrer Mutter nach Hause gingen, gedachten sie der Worte der Frau von Recke. Wir sind jung, wir sind hübsch, sagten sie. Lass doch sehen, ob es uns nicht gelingt, jenen berühmten Wilden einzufangen und zu zähmen. Am andern Morgen auf der Promenade am Sprudel machten sie mir im Vorbeigehen wiederholt die graziösesten, lieblichsten Verbeugungen, worauf ich denn nicht unterlassen konnte, mich gelegentlich ihnen zu nähern und sie anzureden. Sie waren charmant. Ich sprach sie wieder und wieder, sie führten mich zu ihrer Mutter, und so war ich denn gefangen. Von nun an sahen wir uns täglich, ja, wir verlebten ganze Tage miteinander um unser Verhältnis noch inniger zu machen, ereignete es sich, dass der Verlobte der einen ankam, worauf ich mich denn um so ungeteilter an die andere schloss. Auch gegen die Mutter war ich, wie man denken kann, sehr liebenswürdig. Genug, wir waren alle miteinander überaus zufrieden, und ich verlebte mit dieser Familie so glückliche Tage, dass sie mir noch jetzt eine höchst angenehme Erinnerung sind. Die beiden Mädchen erzählten mir sehr bald die Unterredung zwischen ihrer Mutter und Frau von Recke, und welche Verschwörung sie zu meiner Eroberung angezettelt und zu glücklicher Ausführung gebracht. Hierbei fällt mir eine Anekdote anderer Art ein, die Goethe mir früher erzählte und die hier einen Platz finden mag. Ich ging, sagte er mir, mit einem guten Bekannten einst in einem Schlossgarten gegen Abend spazieren, als wir unerwartet am Ende der Allee zwei andere Personen in unseres Kreises bemerkten, die in ruhigen Gesprächen hingingen. Ich kann ihnen so wenig den Herrn als die Dame nennen, aber es tut nichts zur Sache. Sie unterhielten sich also und schienen an nichts zu denken, als mit einem Mal ihre Köpfe sich gegeneinander neigten und sie sich gegenseitig einen herzhaften Kuss gaben. Sie schlugen darauf ihre erste Richtung wieder ein und setzten sehr ernst ihre Unterhaltung fort, als ob nichts passiert wäre. Haben Sie es gesehen? rief mein Freund voller Staunen. Darf ich meinen Augen trauen? Ich habe es gesehen, erwiderte ich ganz ruhig, aber ich glaube es nicht. Dienstag, den 2. August 1831, wir sprachen über die Metamorphose der Pflanze und namentlich über die Lehre von der Symmetrie, die Goethe für eine bloße Illusion hält. Die Natur, fügt er hinzu, ergibt sich nicht einem jeden. Sie erweist sich vielmehr gegen viele wie ein neckisches junges Mädchen, das uns durch tausend Reize anlockt, aber in dem Augenblick, wo wir es zu fassen und zu besitzen glauben, unseren Armen entschlüpft. Mittwoch, den 19. Oktober 1831. Heute war zu Belvedere die Versammlung der Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaus, auch erste Ausstellung von Früchten und Gegenständen der Industrie, welche reicher war, als man erwartet hatte. Darauf großes Diner der zahlreich anwesenden Mitglieder. Goethe trat herein, zu freudiger Überraschung aller Anwesenden. Er verweilte einige Zeit und betrachtete sodann die ausgestellten Gegenstände mit sichtbarem Interesse. Sein Erscheinen machte den glücklichsten Eindruck, besonders auch auf solche, die ihn früher noch nicht gesehen. Donnerstag, den 1. Dezember 1831. Ein Stündchen bei Goethe in allerlei Gesprächen, dann kamen wir auch auf Sorée. Ich habe, sagte Goethe, in diesen Tagen ein sehr hübsches Gedicht von ihm gelesen, und zwar eine Trilogie, deren beide erste Teile einen heiter ländlichen, der letzte aber unter dem Titel Mitternacht einen schauerlich düstern Charakter trägt. Diese Mitternacht ist ihm ganz vorzüglich gelungen, man atmet darin wirklich den Hauch der Nacht, fast wie in den Bildern von Rembrandt, in denen man auch die nächtliche Luft zu empfinden glaubt. Victor Hugo hat ähnliche Gegenstände behandelt, allein nicht mit solchem Glück. In den nächtlichen Darstellungen dieses unstreitig sehr großen Talents wird es nie wirklich Nacht. Vielmehr bleiben die Gegenstände immer noch so deutlich und so sichtbar, als ob es in der Tat noch Tag. Und die dargestellte Nacht bloß eine erlogene wäre. Sore hat den berühmten Victor Hugo in seiner Mitternacht ohne Frage übertroffen. Ich freute mich dieses Lobes und nahm mir vor, die gedachte Trilogie von Zore baldmöglichst zu lesen. Wir besitzen in unserer Literatur sehr wenige Trilogien, bemerkte ich. Diese Form, erwiderte Goethe, ist bei den Modernen überhaupt selten. Es kommt darauf an, dass man einen Stoff finde, der sich naturgemäß in drei Partien behandeln lasse, so daß in der ersten eine Art Exposition, in der zweiten eine Art Katastrophe und in der dritten eine versöhnende Ausgleichung stattfindet. In meinen Gedichten vom Junggesellen und der Müllerin finden sich diese Erfordernisse beisammen, wiewohl ich damals, als ich sie schrieb, keineswegs daran dachte, eine Trilogie zu machen. Auch mein Paria ist eine vollkommene Trilogie. Und zwar habe ich diesen Zyklus sogleich mit Intention als Trilogie gedacht und behandelt. Meine sogenannte Trilogie der Leidenschaft dagegen ist ursprünglich nicht als Trilogie konzipiert, vielmehr erst nach und nach und gewissermaßen zufällig zur Trilogie geworden. Zuerst hatte ich, wie Sie wissen, bloß die Elegie als selbstständiges Gedicht für sich dann besuchte mich die Tschimanowska, die denselbigen Sommer mit mir in Marienbad gewesen war und durch ihre reizenden Melodien einen Nachklang jener jugendlich-seligen Tage in mir erweckte. Die Strophen, die ich dieser Freundin widmete, sind daher auch ganz im Versmaß und Ton jener Elegie gedichtet und fügen sich dieser wie von selbst als versöhnender Ausweg. Dann wollte Weigand eine neue Ausgabe meines Werter veranstalten und bat mich um eine Vorrede, welches mir denn ein höchst willkommener Anlass war, mein Gedicht an Werther zu schreiben, da ich aber immer noch einen Rest jener Leidenschaft im Herzen hatte, so gestaltete sich das Gedicht wie von selbst als Introduktion zu jener Elegie. So kam es denn, dass alle drei jetzt beisammenstehenden Gedichte von demselbigen, liebesschmerzlichen Gefühle durchdrungen worden, und jene Trilogie der Leidenschaft sich bildete, ich wusste nicht, wie. Ich habe Soré geraten, mehr Trilogien zu schreiben, und zwar soll er es auch machen, wie ich eben erzählt, er soll sich nicht die Mühe nehmen, zu irgendeiner Trilogie einen eigenen Stoff zu suchen. Vielmehr soll er aus dem reichen Vorrat seiner ungedruckten Poesien irgendein prägnantes Stück auswählen und gelegentlich eine Art Introduktion und versöhnenden Abschluss hinzudichten. Doch so, dass zwischen jeder der drei Produktionen eine fühlbare Lücke bleibe. Auf diese Weise kommt man weit leichter zum Ziel und erspart sich viel Denken, welches bekanntlich, wie Meyer sagt, eine gar schwierige Sache ist. Wir sprachen darauf über Victor Hugo und dass seine zu große Fruchtbarkeit seinem Talent im hohen Grade nachteilig. Wie soll einer nicht schlechter werden und das schönste Talent zugrunde richten? sagte Goethe, wenn er die Verwegenheit hat, in einem einzigen Jahre zwei Tragödien und einen Roman zu schreiben, und ferner, wenn er nur zu arbeiten scheint, um ungeheure Geldsummen zusammenzuschlagen. Ich schelte ihn keineswegs, dass er reich zu werden, auch nicht, dass er den Ruhm des Tages zu ernten bemüht ist, allein wenn er lange in der Nachwelt zu leben gedenkt, so muß er anfangen, weniger zu schreiben und mehr zu arbeiten. Goethe ging darauf die Marion de Lorm durch und suchte mir deutlich zu machen, dass der Gegenstand nur Stoff zu einem einzigen guten und zwar recht tragischen Akt enthalten habe, dass aber der Autor durch Rücksichten ganz sekundärer Art sich habe verführen lassen, sein Gegenstand auf fünf lange Akte übermäßig auszudehnen. Hiebei, fügte Goethe hinzu, haben wir bloß den Vorteil gehabt, zu sehen, dass der Dichter auch in Darstellung des Details bedeutend ist, welches freilich auch nichts Geringes und allerdings etwas heißen will. Donnerstag, den 5. Januar 1832. Von meinem Freunde Töpfer in Genf waren einige neue Hefte, Federzeichnungen und Aquarellbilder eingegangen, größtenteils landschaftliche Ansichten aus der Schweiz und Italien, die er auf seinen Fußreisen nach und nach zusammengebracht. Goethe war von der Schönheit dieser Zeichnungen, besonders der Aquarellbilder, so sehr frappiert, dass er sagte, es sei ihm, als sähe er Werke des berühmten Loris. Ich bemerkte, dass dies noch keineswegs das Beste von Töpfer sei und dass er noch ganz andere Dinge zu senden habe. Ich weiß nicht, was Ihr wollt, erwiderte Goethe. Was sollte es denn noch besser sein, und was hätte es zu sagen, wenn es auch wirklich noch etwas besser wäre? Sobald ein Künstler zu einer gewissen Höhe von Vortrefflichkeit gelangt ist, wird es ziemlich gleichgültig, ob eins seiner Werke etwas vollkommener geraten ist als ein anderes, der Kenner sieht in jedem doch immer die Hand des Meisters und den ganzen Umfang seines Talents und seiner Mittel. Freitag, den 17. Februar 1832. Ich hatte Goethen ein in England gestochenes Porträt von Dumont zugeschickt, das ihn sehr zu interessieren schien. Ich habe das Bild des bedeutenden Mannes oft und wiederholt betrachtet, sagte er, als ich ihn heute gegen Abend besuchte. Anfangs hatte es etwas Zurückstoßendes für mich, welches ich jedoch der Behandlung des Künstlers zuschreiben möchte, der die Züge etwas zu hart und tief eingegraben. Aber je länger ich den im hohen Grade merkwürdigen Kopf ansah, desto mehr verschwanden alle Härten, und es trat aus dem dunklen Grunde ein schöner Ausdruck von Ruhe, Güte und geistreich feiner Milde hervor, wie sie den klugen, wohlwollenden und für das allgemeine Beste tätigen Mann charakterisieren und der Seele des Beschauers so wohltun. Wir sprachen darauf weiter über Dumont, besonders aber über die Memoiren, die er in Bezug auf Mirabeau geschrieben, worin er die mannigfaltigen Hilfsquellen aufdeckt, die Mirabeau zu benutzen verstanden, auch die vielen Leute von Talent namhaft gemacht, die er zu seinen Zwecken in Bewegung gesetzt und mit deren Kräften er gearbeitet. Ich kenne kein lehrreicheres Buch, sagte Goethe, als diese Memoiren, wodurch wir in die geheimsten Winkel jener Zeit tiefe Blicke tun und wodurch uns das Wunder Mirabeau natürlich wird, ohne dass dieser Held dadurch irgendetwas von seiner Größe verliert. Nun kommen aber die neuesten Rezensenten der französischen Journale, die über diesen Punkt ein wenig anders denken, die guten Leute glauben, der Verfasser jener Memoiren wolle ihn ihren Mirabeau verderben, indem er das Geheimnis seiner übermenschlichen Tätigkeit enthüllt und auch anderen Leuten einigen Anteil an dem großen Verdienst vindiziert, das bisher der Name Mirabeau alleine verschlang. Die Franzosen erblicken in Mirabeau ihren Herkules und sie haben vollkommen recht. Allein sie vergessen, dass auch der Koloss aus einzelnen Teilen besteht und dass auch der Herkules des Altertums ein kollektives Wesen ist, ein großer Träger seiner eigenen Taten und der Taten anderer. Im Grunde aber sind wir alle kollektive Wesen. Wir mögen uns stellen, wie wir wollen. Denn wie weniges haben und sind wir, das wir im reinsten Sinne unser Eigentum nennen. Wir müssen alle empfangen und lernen, sowohl von denen, die vor uns waren, als von denen, die mit uns sind. Selbst das größte Genie würde nicht weit kommen, wenn es alles seinem eigenen Innern verdanken wollte. Das begreifen aber viele sehr gute Menschen nicht und tappen mit ihren Träumen von Originalität ein halbes Leben im Dunkeln. Ich habe Künstler gekannt, die sich rühmten, keinem Meister gefolgt zu sein, vielmehr alles ihrem eigenen Genie zu danken zu haben. Die Narren. Als ob das überhaupt anginge. Und als ob sich die Welt ihnen nicht bei jedem Schritt aufdränge und aus ihnen trotz ihrer eigenen Dummheit etwas machte. Ja, ich behaupte, wenn ein solcher Künstler nur an den Wänden dieses Zimmers vorüberginge und auf die Handzeichnungen einiger großer Meister, womit ich sie behängt habe, nur flüchtige Blicke wirfe, er müsste, wenn er überhaupt einiges Genie hätte, als ein anderer und höherer von ihr gehen. Und was ist denn überhaupt Gutes an uns, wenn es nicht die Kraft und Neigung ist, die Mittel der äußeren Welt an uns heranzuziehen und unseren höheren Zwecken dienstbar zu machen? Ich darf wohl von mir selber reden und bescheiden sagen, wie ich fühle. Es ist wahr, ich habe in meinem langen Leben mancherlei getan und zustande gebracht, dessen ich mich allenfalls rühmen könnte. Was hatte ich aber? wenn wir ehrlich sein wollen, das eigentlich mein war, als die Fähigkeit und Neigung zu sehen und zu hören, zu unterscheiden und zu wählen, und das Gesehene und Gehörte mit einigem Geist zu beleben und mit einiger Geschicklichkeit wiederzugeben. Ich verdanke meine Werke keineswegs meiner eigenen Weisheit allein, sondern Tausenden von Dingen und Personen außer mir, die mir dazu das Material boten. Es kamen Narren und Weise, helle Köpfe und Bornierte, Kindheit und Jugend, wie das reife Alter. Alle sagten mir, wie es ihnen zur Sinne sei, was sie dachten, wie sie lebten und wirkten und welche Erfahrungen sie sich gesammelt, und ich hatte weiter nichts zu tun, als zuzugreifen und das zu ernten, was andere für mich gesät hatten. Es ist im Grunde auch alles Torheit, ob einer etwas aus sich habe oder ob er es von anderen habe, ob einer durch sich wirke oder ob er durch andere wirke, die Hauptsache ist, dass man ein großes wollen habe und Geschick und Beharrlichkeit besitze es auszuführen. Alles übrige ist gleichgültig. Mirabeau hatte daher vollkommen recht, wenn er sich der äußeren Welt und ihrer Kräfte bediente, wie er konnte er besaß die gabe das talent zu unterscheiden und das talent fühlte sich von dem dämon seiner gewaltigen natur angezogen so daß es sich ihm und seiner leitung willig hingab so war er von einer masse ausgezeichneter kräfte umgeben die er mit seinem feuer durchdrang und zu seinen höheren zwecken in tätigkeit setzte und eben daß er es verstand mit anderen und durch andere zu wirken das war sein genie das war seine originalität das war seine Größe. Sonntag den 11. März 1832, abends ein Stündchen bei Goethe in allerlei guten Gesprächen, ich hatte mir eine englische Bibel gekauft, in der ich zu meinem großen Bedauern die apokryphischen Bücher nicht enthalten fand. Und zwar waren sie nicht aufgenommen, als nicht für echt gehalten und als nicht göttlichen Ursprungs. Ich vermißte den durch und durch edlen Tobias, dieses Musterbild eines frommen Wandels, ferner die Weisheit Salomonis und Jesus Sirach, alles Schriften von so großer geistiger und sittlicher Höhe, dass wenige andere ihnen gleichkommen. Ich sprach gegen Goethe mein Bedauern aus über die höchst enge Ansicht, wonach einige Schriften des Alten Testaments als unmittelbar von Gott eingegeben betrachtet werden, andere gleichtreffliche aber nicht, und als ob denn überhaupt etwas Edles und Großes entstehen könne, das nicht von Gott komme und das nicht eine Frucht seiner Einwirkung. Ich bin durchaus Ihrer Meinung, erwiderte Goethe, doch gibt es zwei Standpunkte, von welchen aus die biblischen Dinge zu betrachten. Es gibt den Standpunkt einer Art Urreligion, denn der reine Natur und Vernunft, welcher göttlicher Abkunft, dieser wird ewig derselbe gebleiben und wird dauern und gelten, solange gottbegabte Wesen vorhanden. Doch ist es nur für Auserwählte und viel zu hoch und edel, um allgemein zu werden. So dann gibt es den Standpunkt der Kirche, welcher mehr menschlicher Art. Er ist gebrechlich, wandelbar und im Wandel begriffen, doch auch er wird in ewiger Umwandlung dauern, solange schwache menschliche Wesen sein werden. Das Licht ungetrübter göttlicher Offenbarung ist viel zu rein und glänzend, als dass es den armen, gar schwachen Menschen gemäß und erträglich wäre. Die Kirche aber tritt als wohltätige Vermittlerin ein, um zu dämpfen und zu ermäßigen, damit allen geholfen und damit vielen wohl werde. Dadurch, dass der christlichen Kirche der Glaube beiwohnt, dass sie als Nachfolgerin Christi von der Last menschlicher Sünde befreien könne, ist sie eine sehr große Macht. Und sich in dieser Macht und diesem Ansehen zu erhalten und so das kirchliche Gebäude zu sichern, ist der christlichen Priesterschaft vorzügliches Augenmerk. Sie hat daher weniger zu fragen, ob dieses oder jenes biblische Buch eine große Aufklärung des Geistes bewirke, und ob es Lehren hoher Sittlichkeit und edler Menschennatur enthalte, als dass sie vielmehr in den Büchern Mose auf die Geschichte des Sündenfalles und die Entstehung des Bedürfnisses nach dem Erlöser Bedeutung zu legen, ferner in den Propheten die wiederholte Hinweisung auf ihn, den Erwarteten, sowie in den Evangelien sein wirkliches irdisches Erscheinen und seinen Tod am Kreuz als unserer menschlichen Sündensühnung im Auge zu halten. Sie sehen also, dass für solche Zwecke und Richtungen und auf solcher Waage gewogen so wenig der edle Tobias als die Weisheit Salomonis und die Sprüche Sirachs einiges bedeutende Gewicht haben können. Übrigens, echt oder unecht sind bei Dingen der Bibel gar wunderliche Fragen. Was ist echt als das ganz Vortreffliche, das mit der reinsten Natur und Vernunft in Harmonie steht und noch heute unserer höchsten Entwicklung dient? Und was ist unecht als das Absurde, hohle und dumme, was keine Frucht bringt, wenigstens keine gute? Sollte die Echtheit einer biblischen Schrift durch die Frage entschieden werden, ob uns durchaus Wahres überliefert worden, so könnte man sogar in einigen Punkten die Echtheit der Evangelien bezweifeln, wovon Markus und Lukas nicht aus unmittelbarer Ansicht und Erfahrung, sondern erst spät nach mündlicher Überlieferung geschrieben, und das letzte von dem Jünger Johannes erst im höchsten Alter. Dennoch halte ich die Evangelien alle vier für durchaus echt, denn es ist in ihnen der Abglanz einer Hoheit wirksam, die von der Person Christi ausging und die so göttlicher Art wie nur je auf Erden das Göttliche erschienen ist. Fragt man mich, ob es in meiner Natur sei, ihm anbetende Ehrfurcht zu erweisen, so sage ich durchaus. Ich beuge mich vor ihm als der göttlichen Offenbarung des höchsten Prinzips der Sittlichkeit fragt man mich, ob es in meiner Natur sei, die Sonne zu verehren, so sage ich abermals durchaus. Denn sie ist gleichfalls eine Offenbarung des Höchsten, und zwar die mächtigste, die uns Erdenkindern wahrzunehmen vergönnt ist. Ich anbete in ihr das Licht und die Zeugende Kraft Gottes, wodurch allein wir leben, weben und sind und alle Pflanzen und Tiere mit uns. Fragt man mich aber, ob ich geneigt sei, mich vor einem Daumenknochen des Apostels Petri oder Pauli zu bücken, so sage ich, verschont mich und bleibt mir mit euren Absurditäten vom Leibe. Den Geist dämpfet nicht, sagt der Apostel. Es ist gar viel Dummes in den Satzungen der Kirche, aber sie will herrschen und da muss sie eine bornierte Masse haben, die sich duckt und die geneigt ist, sich beherrschen zu lassen die hohe, reich dotierte Geistlichkeit fürchtet nichts mehr als die Aufklärung der unteren Massen. Sie hat ihnen auch die Bibel lange genug vorenthalten, so lange als irgend möglich. Was sollte auch ein armes christliches Gemeindeglied von der fürstlichen Pracht eines reich dotierten Bischofes denken, wenn es dagegen in den Evangelien die Armut und Dürftigkeit Christi sieht, der mit seinen Jüngern in Demut zu Fuße ging, während der fürstliche Bischof in einer von sechs Pferden gezogenen Karosse einherbraust? Wir wissen gar nicht, fuhr Goethe fort. Was wir Luthern und der Reformation im Allgemeinen alles zu danken haben. Wir sind frei geworden von den Fesseln geistiger Borniertheit. Wir sind infolge unserer fortwachsenden Kultur fähig geworden, zur Quelle zurückzukehren und das Christentum in seiner Reinheit zu fassen. Wir haben wieder den Mut, mit festen Füßen auf Gottes Erde zu stehen und uns in unserer gottbegabten Menschennatur zu fühlen. Mag die geistige Kultur nun immer fortschreiten, Mögen die Naturwissenschaften in immer breiterer Ausdehnung und Tiefe wachsen und der menschliche Geist sich erweitern, wie er will. Über die Hoheit und sittliche Kultur des Christentums, wie es in den Evangelien schimmert und leuchtet, wird er nicht hinauskommen. Je tüchtiger aber wir Protestanten in edler Entwicklung voranschreiten, desto schneller werden die Katholiken folgen. Sobald sie sich von der immer weiter um sich greifenden großen Aufklärung der Zeit ergriffen fühlen, müssen sie nach, sie mögen sich stellen, wie sie wollen, und es wird dahin kommen, dass endlich alles nur eins ist. Auch das leidige protestantische Sektenwesen wird aufhören, und mit ihm Hass und feindliches Ansehen zwischen Vater und Sohn, zwischen Bruder und Schwester. Denn sobald man die reine Lehre und Liebe Christi, wie sie ist, wird begriffen und in sich eingelebt haben, so wird man sich als Mensch groß und frei fühlen und auf ein bisschen so oder so im äußeren Kultus nicht mehr sonderlichen Wert legen. Auch werden wir alle nach und nach aus einem Christentum des Wortes und Glaubens immer mehr zu einem Christentum der Gesinnung und Tat kommen. Das Gespräch wendete sich auf große Menschen, die vor Christus gelebt, unter Chinesen, Indern, Persern und Griechen, und dass die Kraft Gottes in ihnen ebenso wirksam gewesen als in einigen großen Juden des Alten Testaments. Auch kamen wir auf die Frage, wie es mit Gottes Wirkungen stehe in großen Naturen der jetzigen Welt, in der wir leben. Wenn man die Leute reden hört, sagte Goethe, so sollte man fast glauben, sie seien der Meinung, Gott habe sich seit jener alten Zeit ganz in die Stille zurückgezogen, und der Mensch wäre jetzt ganz auf eigene Füße gestellt und müsse sehen, wie er ohne Gott und sein tägliches, unsichtbares Anhauchen zurechtkomme. In religiösen und moralischen Dingen gibt man noch allenfalls eine göttliche Einwirkung zu, Allein in Dingen der Wissenschaft und Künste glaubt man, es sei lauter Irdisches und nichts weiter als ein Produkt rein menschlicher Kräfte. Versuche es aber doch nur einer und bringe mit menschlichem Wollen und menschlichen Kräften etwas hervor, das den Schöpfungen, die den Namen Mozart, Raphael oder Shakespeare tragen, sich an die Seite setzen lasse. Ich weiß recht wohl, dass diese drei Edlen keineswegs die einzigen sind, und dass in allen Gebieten der Kunst eine Unzahl trefflicher Geister gewirkt hat, die vollkommen so Gutes hervorgebracht als jene genannten. Allein waren sie so groß als jene, so überragten sie die gewöhnliche Menschennatur, in eben dem Verhältnis und waren ebenso gottbegabt als jene. Und überhaupt, was ist es und was soll es? Gott hat sich nach den bekannten, imaginierten sechs Schöpfungstagen keineswegs zur Ruhe begeben. Vielmehr ist er noch fortwährend wirksam wie am ersten. Diese plumpe Welt aus einfachen Elementen zusammenzusetzen und sie ja aus ja ein in den Strahlen der Sonne rollen zu lassen, hätte ihm sicher wenig Spaß gemacht, wenn er nicht den Plan gehabt hätte, sich auf dieser materiellen Unterlage eine Pflanzschule für eine Welt von Geistern zu gründen, so ist er nun fortwährend in höheren Naturen wirksam, um die geringeren heranzuziehen. Goethe schwieg, ich aber bewahrte seine großen und guten Worte in meinem Herzen.